Audio Colors Venezianische Nächte von Felicity Laforja gelesen von Anna Christina Reske Ein einstündiger Linienflug kann eine ziemlich langwierige Angelegenheit sein. Ich atmete tief durch, als ich endlich meinen Koffer vom Gepäckband am Ankunftsterminal des Tessera-Flughafens von Venedig ziehen durfte. Die gefühlt achtköpfige Familie, die mich auf dem Flug umzingelt hatte, erquickte selbst hier noch die anderen Fluggäste mit zweifelhafter Unterhaltung. Ja, der Flug war kurz gewesen. Der Anflug über die Lagune? Ganz sicher sehenswert. Aber noch nie zuvor, hatte ich beim Aussteigen aus einem Flugzeug mehr Kopfschmerzen als beim Einsteigen. Ich war so froh, hier wegzukommen, dass ich nicht mal nach einem Trolley für den Koffer suchte, sondern einfach nur meine Hand um den Griff krallte und zum Ausgang stürmte. Froh, nicht unter all den Wartenden auf der anderen Seite der Türflügel suchen zu müssen, mit der Angst Sabine nicht wiederzuerkennen. Ja, wir hatten uns schließlich locker zwei Jahre nicht gesehen. Während ich in dieser Zeit eine feste Beziehung einging, wieder ausging und ziemlich zerbeult aus der ganzen Erfahrung hervorging, lebte sie im sonnigen Italien das freie Leben der Freigeistin. Wann immer möglich sorgte sie dafür, selbst die Herzen zu brechen, damit keiner der scharfen Italiener ihr zuvorkam. Sabine würde im Café auf mich warten. So hatten wir das ausgemacht. Ich stellte meinen Koffer auf die Rollen und machte mich auf die Suche. Immer dem Geruch von Espresso und Macchiato nach und Mandelhörnchen? Mein Magen jedenfalls meinte, den Duft ziemlich genau einordnen zu können. Hallo, mein Hühnchen! Mit einem breiten Grinsen erhob sie sich aus dem Korbsessel beim Fenster und hielt die Arme auf. Willkommen in der Stadt der Liebe, Clara Hummel. Wann immer ich eine Reise antrete und am anderen Ende jemand auf mich wartet, den ich lange nicht gesehen habe, nehme ich mir vor, nicht zu heulen. Aber, wie das mit guten Vorsätzen ist, gelang es mir natürlich auch dieses Mal nicht. Ich rubbelte mir mit dem Handrücken über die Nase und blinzelte. Hey, Biene! Dio, du siehst aber schlecht aus. Setz dich hin. Macchiato? Sie schob mir ihre Tasse zu. Ich hole mir einen. Setz dich hin! Ich hol mir einen neuen. Soll ich dir was mitbringen? Hey, hör mal. Wann hat David Schluss gemacht? Sagtest du nicht, dass das schon drei Monate her ist? Und du siehst immer noch so übel aus? Sie wirkte, als wollte sie im nächsten Augenblick die Ärmel hochkrempeln und nach München fliegen, um dort für Ordnung zu sorgen. Dankbar nahm ich einen Schluck Kaffee und wartete auf sie. Mein Blick blieb an einem hochgewachsenen, schlanken Mann hängen, der das Kaffee betrat. Anfang 30. Schulterlanges, schwarzes Haar, fünf Tage Bart, braun gebrannt stechende dunkle Augen, deren Aufmerksamkeit mich kurz streifte. Ich hielt mich an der Tasse fest und grinste Sabine entgegen. Der fünf -Tage -Bad ging mit selbstbewussten, unerklärlich eleganten Schritten zur Bar und begann offen mit der Kellnerin zu flirten. Nicht David hat Schluss gemacht, erklärte ich, als Sabine sich setzte mit einem Seufzen, als habe sie den Kaffee von der anderen Seite des Flughafengebäudes holen müssen. Das war ich. Das habe ich dir hundertmal erklärt. Und ich sehe schlecht aus, weil ich, dank meiner lieben Mitreisenden, Kopfschmerzen habe. <laughs> Bella, Migräne ist hier fehl am Platze. Du bist drei Tage in der Stadt. Und das werden wir nutzen. Schatz nicht heute, ich habe Kopfschmerzen, ist nicht drin. <laughs> das ist eine Warnung. Ich bin beruflich in der Stadt, Biene, erinnerte ich sie und verdrehte die Augen. Deine paar Meetings werden mich nicht davon abhalten, dich ins Nachtleben zu schmeißen. Sie deklarierte es, als habe sie meinen Aufenthalt schon im Kopf vollkommen durchgeplant, und ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Ich bin nicht hier, um mich flachlegen zu lassen, also schlag dir das gleich aus dem Kopf. Dann wärst du die erste Singlefrau in der Geschichte des modernen Europa, die zur Faschingszeit nach Venedig kommt und nicht plant, sich von einem heißblütigen Venezianer verführen zu lassen. Sie schaute über die Schulter zur Bar, und ich wusste genau, wen sie im Auge hatte: den fünf und nicht die Kellnerin. Dann bin ich halt die Erste? Im Leben nicht würde ich ihr verraten, was sich gut versteckt in meinem Gepäck befand. Ein dünner Umschlag. Eingeschlagen in Plastikfolie, vergraben unter Akten und Unterlagen, ganz tief in meine Aktenmappe, die zwischen Unterwäsche und maßgeschneidertem Hosenanzug in meinen Koffer eingebettet war. Sabine kellnerte in einem der unzähligen Hotels am Markusplatz, verprasste ihr Geld für die schönen Dinge des Lebens und würde mich dafür hassen dass sie nicht mitkommen konnte, weil diese Tickets nicht nur teuer waren, sondern es auch für normalsterbliche unmöglich war, an so etwas ranzukommen. Seit David mir das Ticket für den Ballo del Doge zugesteckt hatte, fragte ich mich, warum er das getan hatte. Weil er mich immer noch liebte und mir was Gutes tun wollte? Hm. Unwahrscheinlich, denn dann hätte er ja wohl alles gegeben, um mich auf dieser Reise zu begleiten. Oder weil er froh war, mich los zu sein und dies seine Form des Feierns war? Oder war es Bezahlung für einen Seitensprung, von dem ich nicht mal wusste? Alles Unsinn, das wusste ich. Das Ticket war ein Dankeschön der Firma, der mein Ex seit der Pensionierung seines Vaters vorstand und für die ich als Chefeinkäuferin arbeitete. Keiner hatte diese Reise machen wollen. <laughs> Verrückt wer der bei Verstand war ließ sich einen Trip nach Venedig zur Karnevalszeit entgehen. Oh doch, sämtliche Abteilungsleiter von Alois stadthofer Nachfolger Kaufhaus für Luxusartikel und Lebensfreude, weil es bedeutete, sich mit Nicolo Contarini herumzuschlagen und jeder, der bei Verstand war, setzte alles daran, genau das zu vermeiden. Nicolo Contarini gehörte zu den Stammgästen auf Antonia Sauters Maskenball. Und genau das war der eigentliche Grund, weshalb ich dieses Ticket mit mir herumschleppte. Ich hatte ein paar Mal mit Contarinis Assistentin telefoniert. Der Seniore war ja nie im Haus. Immer unterwegs, weltweit. Sohn des legendären Dessous-Königs Angelo Contarini und einer deutschen Stripclub-Tänzerin. Aufgewachsen, zuerst in Mannheim und dann in Venedig. Ausgebildet in Berlin, Paris und New York. Zu Hause in der ganzen Welt. Der alte Contarini war letzten Sommer gestorben und hatte sein Imperium dem Sohn hinterlassen. Seither spielte dieser Kerl mit uns. Wollte rein, wollte nicht mehr rein, drehte sich im Kreis, sodass wir ins Rotieren gerieten. La Gare Tierra war immer ein hochklassiger Name gewesen. Aber seit der junge Contarini den Laden übernommen hatte, und das lag immerhin noch nicht viel mehr als ein halbes Jahr zurück, überrannten die blöden italienischen Strumpfbandhersteller den Dessous-Markt förmlich. Keiner kam mehr an ihnen vorbei. Stadthofer hatte seit längerer Zeit mit Angelo verhandelt. Aber dabei war nichts Definitives herausgekommen. Jetzt mussten wir handeln. Und Nicolo wusste das. Er verstand es, den Vorteil zu nutzen und auszuspielen. Schlussendlich hatte ich mich bereit erklärt, für Stadthofer nach Venedig zu fliegen. Eine Einladung von Don Nicolo, dem gefragtesten Unterhosenmagnaten der Welt. Signore gab sich die Ehre. Arrogant und unnahbar. Schwer einzuschätzen. Keiner hatte ihn je gesehen. Nicht mal Bilder existierten von ihm. Weder auf der Firmenwebseite noch auf den gängigen Businessportalen. Er hatte tatsächlich die Unverfrorenheit besessen, sein Profil in der Online-Ausgabe der Financial Times mit einem grisseligen Foto von Dagobert Duck zu verschönern. Ja, das Bild war nach wenigen Stunden aus dem Netz genommen worden. Wenn der Kerl nicht so darauf erpicht gewesen wäre, der Modewelt das Leben schwer zu machen, hätte man über den Bubenstreich vielleicht sogar lachen und ihm einen schrägen Sinn für Humor zuschreiben können aber wahrscheinlich war es doch nur zur Schau getragene Arroganz. Ja. Und nun war ich, weil ich diesen Mann treffen musste, im Besitz einer Eintrittskarte zu einer Veranstaltung, für die meine beste Freundin Sabine möglicherweise einen Mord begangen hätte. Wollte ich da hingehen? Nicht so ganz, aber vermutlich würde ich es trotzdem tun. Wenn ich mir nicht gleich nach dem ersten Treffen mit Don Nicolo die Pulsadern aufschnitt. Sabine stellte ihre Tasse hörbar ab. Noch bei mir, Hühnchen? Du weißt, wie sehr ich den Namen hasse, erwiderte ich grinsend. Soll ich dir noch einen Macchiato holen? Ich gehe schon. Sie machte Anstalten, aufzustehen, aber ich drückte sie zurück. Lass mich. Mal sehen, wie weit mich mein Italienisch noch trägt. Mandelhörnchen? Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache, Hühnchen. Ich streckte ihr die Zunge raus und machte mich auf den Weg zur Bar. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass ich diese nette, Fränkische Familie mit den gefühlten zwölf Kleinkindern tatsächlich im selben Café wie ich von den durch sie erzeugten Strapazen des einstündigen Fluges erholen würde. Ich hatte sie nicht mal gehört, fiel mir hinterher auf, so vertieft war ich gewesen. Aber dann trat ich beinahe auf eines der besagten Kinder drauf. Wie hätte ich es denn sehen sollen? Mit meinem Tablett, mit zwei randvollen Tassen Kaffee. Und zwei Mandelhörnchen, die so hinterlistig dufteten, dass ich in Gedanken schon in eines davon reinbiss. Was ich dann hörte, war ein empörtes Kindergreinen, noch ehe ich begriff, dass mein Fuß mit einem kleinen Persönchen zusammengestoßen war. Erschrocken machte ich einen viel zu langen Schritt, verlor die Balance und als nächstes stießen zwei randvolle Tassen heißen Kaffees mit der gefältelten weißen Hemdbrust des Gigolos an der Bar zusammen. Schulterlanges schwarzes Haar, fünf tage und stechende, dunkle Augen flimmerten vor meinem Blick. Dann Krachen, Klirren, plärren und kaffeebraune Hemdbrust. Mein Herz blieb stehen. Ich schwöre, für einen Augenblick dachte ich, ich sei gestorben. Und ich fragte mich, wie heiß das wohl war und ob der fünf tage -Bart wohl bleibende Narben davontragen würde. Wie in Zeitlupe schob er sich von seinem Barhocker seine Bewegungen immer noch selbstbewusst und elegant und griff nach meinen Armen. Etwas, das sich verdächtig nach einem elektrischen Schlag anfühlte, holte mich bei seiner Berührung zurück aus dem Land des Todes. Lancho Grande, murmelte er. Ich hatte eine vage Erinnerung, dass das ein Fußballbegriff war, nur dass es sich gesprochen mit dieser dunklen, ein wenig heiser klingenden Stimme anhörte wie etwas ganz anderes. Er hielt meine Arme fest und half mir, die Balance wiederzufinden. Erst als er sicher zu sein schien, dass ich nicht dem Tablett auf den Boden folgen würde, griff er sich an die Brust und stöhnte ein bisschen. Der verdammte Kaffee! Hitze brannte auf meinen Wangen. Vielleicht lag das aber nur zum Teil an meinem Missgeschick. Besagte Brust nämlich befand sich direkt vor meinen Augen und sah heiß aus. Unter dem durchnässten Hemd spielten die Muskeln. An den Schultern spannten sich Sehnen. Sicher im Protest gegen das Verbrühen. Absolut hinreißend. Und ich schwankte schon wieder. Er fragte etwas, aber ich verstand ihn nicht. Und als nächstes stand Sabine an meiner Seite. Dass sie es schaffte, gleichzeitig die Nürnberger für ihre unbeaufsichtigt krabbelnden Kinder zu schelten und ungerührt mit einer servierte, auf der hinreißenden Kaffeebrust herumzutupfen, war der Beweis dafür, dass sie einfach viel besser im Training war, was Männer betraf. Wie konnte sie nur so umsichtig bleiben bei diesem Hemd und diesem Fünftagebart? Der Mann schob ihre Hand resolut beiseite. Seine Stimme war warmer Milchkaffee mit einem Schuss Kirschwasser. Ich vermutete, dass er ihr klar machte, dass sie mit einer Serviette wohl kaum die Flecken rauskriegen würde, jedenfalls verstand ich von dem sich entspinnenden hitzigen Dialog zwischen den beiden kein Wort mehr. Was mich bedrückte, denn eigentlich war ich stolz auf die Erfolge, die ich in zwei Jahren Abendschule mit Signor Massimo Perini am italienischen Kulturinstitut inklusive zweier mehrwöchiger Aufenthalte in Mailand und Rom erzielt hatte. Ich verstand, sprach und schrieb fließend Italienisch. Abstürzende Kaffeetassen hatten alle entsprechenden Gehirnzellen offensichtlich abgeschaltet. Oder doch der fünf bart Vorsichtig hob ich den Blick. Dunkle Augen sahen auf mich herunter. Ich war froh, dass Sabine mich untergehakt hatte, denn sonst wäre ich wohl doch in der Kaffeepfütze auf dem Boden gelandet. Er stellte mir eine Frage, die Augen ernst. Ich nickte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was er da fragte. Sein Mundwinkel zuckte, dann legte er einen obszön großen Geldschein auf die Bar und verließ das Café, ohne sich umzudrehen. Sabine warf der Nürnberger Kinderhorde einen tödlichen Blick zu, hängte mir meinen Rucksack über die Schulter und griff sich meinen Koffer. Dabei ließ sie mich keinen Moment lang los. Und ich war froh darüber, denn ich sah nichts mehr. Außerdem knurrte mein Magen und machte mir zusätzlich die Knie schwach. Willenlos ließ ich mich hinausziehen ins Gedränge und Geschubse des Flughafenterminals und weiter nach draußen, wo die Taxis warteten. Sabine wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im westlichen Teil des Serenissima, der sich Santa Croce nannte. Die Brücke, die vom Festland über die Lagune in die Stadt führte, war ein hässliches Monstrum. Garniert zusätzlich mit einer Baustelle, die den Verkehr zur Langsamkeit verdammte, so sodass man kaum vorwärts kam. Zumindest entschädigte der Blick auf die näherkommende Stadt der Liebe ein wenig, die unter dem blauen Himmel mitten im Wasser lag und vor sich hin döste. Im Schiffsterminal lag eine dickbauchige Fähre. Wir hielten auf der Piazzale Roma, zwischen dem Parkhaus und der Fondamenta della Fabbrica Tabacchi. 70er Jahre Betonmonster und heruntergekommene Fabrikgebäude. Willkommen in Venedig, dachte ich zynisch. Sabine bezahlte den Taxifahrer und stieß einen saftigen Fluch aus, als sie meinen Koffer aus dem Kofferraum hefte. Himmel, Clara, hast du nicht gesagt, dass du nur drei Tage bleiben willst? Ich schenkte ihr mein süßlichstes Lächeln und hob in aller Unschuld die Schultern. Hartschalenkoffer, aber zumindest verkrumpelt das Zeug dann da drinnen nicht so. Wenigstens will ich faltenfrei in meinen Untergang segeln. Ah, Bella. Was sind das denn für Töne? Untergang. Sie schnalzte ungehalten mit der Zunge. Mit vereinten Kräften gelang es uns, das Kofferschiff auf seine Rollen zu stellen. Nur ein paar Minuten. Da die Straße runter. Zu Fuß. Na gut. So war es eben. Venedig existierte ganz ohne Autos. Heute wie vor Jahrhunderten. Venezianer mussten sehr sportliche Menschen sein. Es war ein einziges, langgestrecktes Gebäude, an dem entlang wir den Koffer zerrten. Rostroter Putz, der von Ziegelwänden blätterte, rostig vergitterte Fenster im Erdgeschoss. Tolle Gegend, dachte ich und stellte schockiert fest, dass Sabine dann ihren Schlüssel in eine Tür an der Kopfseite desselben Baus steckte. Da drin wohnte sie. Ich starrte an der Fassade hinauf. Na gut, weiter oben wenigstens keine Gitter mehr gemeinsam gelang es uns, meinen Koffer über eine knarzende Holztreppe in den dritten Stock zu hefen Die Straße, in der Sabines Wohnung lag, hieß nicht umsonst nach der alten Tabakfabrik, die früher in den Gemäuern beherbergt gewesen war. Obwohl das nun schon Jahrzehnte zurücklag, kam es mir vor, als hänge der herbe Duft von trockenem Tabak noch immer in den wurmstichigen Stufen und dem Geländer. Nur versetzt mit der kaum wahrnehmbaren Note nach Fisch und Schimmel, die offenbar zu Venedig gehörte, wie die Marsbier zum Oktoberfest. Sabine schloss die Tür auf. Sofort legte sich ein künstliches Pfirsicharoma über den Mief der Lagunenstadt. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Sorry, aber ich bin nicht mehr zum Aufräumen gekommen. Ehrlich? Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich schmunzelte. Auf zahlreichen Beistelltischen, von denen keiner rein optisch zum anderen passte, stapelten sich Magazine und Tinnef. Die Küchenanrichte zierte eine Reihe Kaffeebecher, deren Inhalt in unterschiedlichen Stadien der Verwesung vor sich hin vegetierte. Ein buntes Blechschild hing über der Anrichte an der Wand mit einer Hausfrau im 50er-Jahre-Look darauf, die sich die Haare raufte. Dazu die Aufschrift: Ich bin nicht unordentlich, das ist ein chemisches Experiment. Trotz des Chaos, in dem die Wohnung versank, fühlte ich mich sofort wohl hier. Vielleicht, weil es der krasseste Gegensatz zu Davids kühlem Penthouse in Bogenhausen war, den man sich vorstellen konnte. Oder, zugegeben, zu meiner minimalistischen Wohnung in der Maxvorstadt. Wer nie zu Hause war, weil er sich in Überstunden erging, der konnte keinen TINF ansammeln. Ich ließ mich in einen Ohrenbackensessel mit Blümchenmuster fallen und versank augenblicklich bis zur Taille in der ausgeleierten Federung. Der Koffer blieb wo er war, direkt im Flur. Also, begann Sabine, kaum dass sie mir gegenüber auf dem Sofa Platz genommen hatte. Jetzt erzähl. Was ist genau mit diesem David Arsch passiert? Ich dachte, das war die große Liebe. Ich hob die Schultern und zog meine Knie an den Körper. In Embryonalstellungen war die Wahrheit vielleicht nicht ganz so übel. War es auch. Bis zu dem Tag, als er dachte, seine Sekretärin auf dem Farbkopierer vögeln zu müssen. <laughs> Autsch! Sabine zog zischend die Luft zwischen die Zähne. Und woher weißt du, dass es der Farbkopierer war? Als würde das einen Unterschied machen. Weil ich die Ausdrücke am nächsten Tag auf meinem Schreibtisch hatte. Ehrlich, zu wissen, wie der Schwanz meines Verlobten in der Möse von seiner Flamme aussieht, das war etwas, auf das ich gut und gern hätte verzichten können. Schlampe, kommentierte Sabine und hatte damit ja sowas von Recht. Aber immerhin hat sie ja erreicht, was sie wollte. Den Weg zum Junior hat sie sich mit der Aktion schön freigefickt. Immerhin hast du ihm ja den Laufpass gegeben. War wahrscheinlich auch das, was er erreichen wollte. Da haben sich zwei gefunden, die einander verdienen. Was hat er denn dazu gesagt? Was soll er schon gesagt haben? Dass es ein Ausrutscher war, dass er mich liebt und ich genau die Frau bin, die er sich an seiner Seite vorstellt. Aber dass er sich von einer Schokonuss mehr Leidenschaft im Bett erwartet hätte und dass ein Mann eben auch seine Bedürfnisse hat. Sabines Lippen formten ein kleines O, oh, als sie fassungslos den Mund aufriss. Oh ja, mir hatte diese Spitze auch die Sprache verschlagen. Zu dem Zeitpunkt war David der Letzte gewesen, von dem ich einen Hieb aus dieser Richtung erwartet hatte. Es war meine ewige Achillesferse. Klar, man gab sich weltoffen und vorurteilsfrei. Hautfarbe, Haarfarbe alles doch kein Problem. Ein Problem vielleicht nicht, aber eine Besonderheit. Da half auch mein schöner deutscher Nachname nichts, mit dem jeder in München eine altehrwürdige Feinkostdynastie verband. Fakt blieb, dass ich ein Exot war. Der dieser Dank, einem amerikanischen Soldaten, der meine Mutter geschwängert hatte und dann zurück in die Staaten geflohen war. Der Mann, den ich Papa nannte und der mich wenige Jahre später adoptierte, gab sich alle Mühe, keinen Unterschied zu machen zwischen mir und meinem Halbbruder, der zwei Jahre nach Papas Hochzeit mit meiner Mutter geboren wurde. Aber meine dunkle Hautfarbe und meine pechschwarzen Haare sorgten einfach dafür, dass ich nicht dazu gehörte. Es niemals tat und niemals tun würde. Im besten Fall. Reagierten Fremde auf mich wie auf einen seltenen Vogel im Zoo? Im schlimmsten Fall bewarfen sie mich mit Schimpfworten. Davids Enttäuschung darüber, dass sich hinter der Fassade einer rassigen, farbigen im Bett doch nur ein deutsches Mauernblümchen verbarg, war nur einer dieser Tiefschläge, die ich schon viel zu oft hatte einstecken müssen. Und trotzdem reist du für diesen Xenophoben Möchte-Gern-Macho in der Weltgeschichte rum, statt es dir jetzt einmal ordentlich gut gehen zu lassen? Sabine kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Immerhin bin ich Chefeinkäuferin für Alois Stadthofer Nachfolger. Und im Gegensatz zu Veronika, allein der Name schmeckte in meinem Mund wie eine faulige Nuss, habe ich mir den Posten erarbeitet und nicht erschlafen. Als ob es ein Zufall ist, dass sie sich plötzlich in der PR-Abteilung breitmachen kann. Na, auf jeden Fall habe ich nicht vor, David Munition zu liefern, um mich nach seinem Leben auch aus dem Job rauszuekeln und das willst du damit erreichen, dass du einen aussichtslosen Auftrag annimmst? Du hast doch selbst erzählt, dass dieser Carabini Contarini, Herr Contamini dann eben, wischte Biene meinen Einwand beiseite. Dass dieser Contamini so eine harte Nuss ist und eigentlich gar keine Lust hat, seine heißen Höschen bei Stadthofer zu verkaufen. Nicolo Contarini? Ich betonte jede Silbe des Nachnamens, als spreche ich mit einem Kleinkind, Mag eine harte Nuss sein, aber er wäre ja wohl kaum so schnell so hochgeklettert, wenn er dumm wäre. Und nur ein dummer Mensch würde nicht einsehen, dass die einzige Adresse in München, die den richtigen Rahmen für seine Dissus bieten kann, Stadthofer ist. Entweder er eröffnet eine eigene Lizenzfiliale oder er gibt uns die Lizenz. Alles andere wäre Wahnsinn. Er wird seine Luxusfummel ja wohl kaum bei Kaufhof verscherbeln wollen. Hm, machte Biene und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger auf die Unterlippe. Hast du dich mal gefragt, was für dreckige Fantasien ein Kerl haben muss, der sein Geld damit verdient, Unterhöschen zu entwerfen, die so klein sind, dass der Quadratmeterpreis wahrscheinlich höher ist als bei einer Wohnung direkt im Fürstenpalast in Monaco? Nein, Biene, habe ich nicht. Und ganz ehrlich, ist mir auch egal. Das Zeug verkauft sich wie irre. Die Leute stehen auf den verruchten Kick und den Luxus. Aber ja, wer es sich leisten kann, für ein Set aus BH und Höschen knapp 1000 Euro zu zahlen, der ist bei Stadthofer genau richtig. Und damit ist auch Contarini bei Stadthofer genau richtig. Ich muss ihn morgen einfach überzeugen. Hm. Ja, dann mal viel Glück. Schwärze. Absolute Schwärze. Ich versuche meine Hände zu bewegen. Nichts passiert. Glatt und seidig. Schmiegen sich die Fesseln um meine Handgelenke. Leise wispernd ein Anflug von Panik. Ich öffne die Augen, doch die Schwärze bleibt. Umhüllt mich wie ein Umhang aus schwerem, warmem Samt. Sein Atem fächert über meine Wange, meine Schläfen, mein Gesicht. Silenzio Bambina. Eine Stimme wie schwerer Rotwein. Ein wenig herb, ein wenig süß. Eine Stimme, die in den Kopf steigt und berauscht. Trotz seiner Warnung kriecht ein Wimmern aus meiner Kehle. Auch meine Beine werden von Fesseln gehalten. Ausgebreitet, wie eine Opfergabe, liege ich auf einem Bett aus weichen Laken. Feuer züngelt zwischen meinen Schenkeln, bringt meine Haut zum Glühen. Das ist es. Seine Stimme klingt jetzt anders. Mit dem Allwissen, das nur der Träumende hat, weiß ich, dass er Italienisch spricht und nicht mit mir. Es sind zwei Männer, die sich mir widmen, zwei, die mich kosten und streicheln und benutzen. Ich erkenne das Feuer zwischen meinen Schenkeln als eine Zunge. Sie lockt und fordert Hände, die meine Schamlippen spreizen, meine Klitoris zugänglich machen für die leckende, süß pochende Qual, die die fremde Zunge meinem Fleisch entlockt. Ich... ich will das nicht. Wieder reiße ich an meinen Fesseln. Der Mann zwischen meinen Beinen nimmt seine Zunge von meiner Klitt. Erleichterung brüllt durch meinen Kopf, Verzweiflung durch meinen Unterleib. Eine Hand greift in mein Haar, hält meinen Kopf. Eine andere Hand drückt meine Schultern fest nach unten, ausgeliefert. Schst, Bambina. Dann lauter und offensichtlich nicht zu mir, weiter, Tizian. Was sie will, ist nicht wichtig. Wichtig ist, was sie braucht. Erst trifft heißer Atem mit einem zustimmenden Brummen mein Geschlecht, dann ein Lecken. Der Mann zwischen meinen Schenkeln macht weiter, leckt und streichelt. Ich will nicht, ich will wirklich nicht erregt sein von diesem Spiel, aber oh, es ist gut, das Lecken, das Saugen, das Streicheln. Fix sie jetzt. Nein. Nein, nein, nein! Ich spüre einen sanften Lufthauch an meinen Schenkeln, höre das leise Klicken eines Gürtels, der gelöst wird. Und dann, ohne Vorwarnung, ohne Präambel, versenkt sich der Mann namens Tizian in mir. Gleichzeitig schreien wir auf. Dio mio, sie ist eng! Tizians Stöhnen klingt rau, fast gequält. Vor und zurück, er nimmt mich in einem trägen, gleichmäßigen Rhythmus. Die Feuerfunken sprühen von dem Punkt, an dem wir vereint sind, durch meinen ganzen Körper. Hände greifen nach meinen Brüsten, kneten, reizen, und ich weiß, dass es die Hände von ihm sind, nicht die Hände von Tizian. Oh, ist sie nicht eine brave kleine Sklavin? Süß und verletzlich. So gut. Schneller, Tizian, fester. Zeig ihr, wer das Sagen hat. Qualvoll und brennend sengen sich die Worte in meine Weiblichkeit. Ich stehe in Flammen. Wieder werfe ich meinen Kopf hin und her. Zu viel. Das ist zu viel. Zu intensiv. Tizian hämmert in mich. Die Spannung baut sich auf. Doch ich kann mich nicht rühren. Die Fesseln halten mich. Und seine Hände. Bartstoppeln kratzen sanft über mein Ohr. Bartstoppeln, die zu einem Fünf-Tage-Bad gehören. Und die Spitzen von pechschwarzen Haaren. Aber, Bambina. Wenn du nur sehen könntest, was ich sehe. Er beugt sich über mich, seine Brust auf meinem Gesicht. Ein Duft wie eine Erinnerung. Tabak und Salz und exotische Gewürze. Seine Hände streichen über meinen Körper abwärts, liebkosen meinen Bauch, meine Hüfte, die Spalte zwischen meinen Schenkeln und schließlich meine Pussy, bis er mit den Zeigefingern über meine Schamlippen gleitet und sie noch weiter spreizt. Ein ganz tiefes Pink, so nass. Und dann flüsternd, und so machtlos, während Tizian dich fickt. Ah! Mehr noch als Tizians Schwanz zeichnen mich die Hände des Unsichtbaren als seinen Besitz. Seine Daumen finden meine Klitt, reiben die Seiten fest und erbarmungslos. Komm jetzt, Bambina, zeig Tizian, was die Ficker meiner kleinen Sklavin kann. Ein letzter Druck seiner Daumen, die über die Spitze meiner Klitt gleiten, ein letzter Stoß des fremden Namens Tizian, der nicht mal ein Gesicht für mich hat und ich zersplittere in tausend Scherben. Der Höhepunkt schießt von meiner Pussy in meinen Bauch. Ich zittere und falle. Doch Tizian hört nicht auf. Ebenso wenig wie er. Er hat nicht nur kein Gesicht, er hat auch keinen Namen, nur eine Stimme, wie alter, schwerer Wein. Ich höre die beiden Lachen, ein Geräusch voller Zufriedenheit. Ich höre mein Schreien. Sie machen weiter, bis es weh tut vor Intensität, bis meine Lust zur Qual wird. Welle um Welle dieses Sturms, in dem ich mich verliere, bis ich nicht mehr weiß, wo ich aufhöre und wo sie anfangen. Die Schreie brannten immer noch in meiner Kehle, als ich meine Augen aufschlug. Gefangen in einem Kampf, der meinen Körper beutelte und meinen Geist in Schlaf hüllte, während ich, immer noch zuckend, immer noch bebend, erwachte. Nur langsam nahm das Zimmer um mich herum Formen an. Ich kämpfte darum, meinen Atem dazu zu überreden, sich zu beruhigen. Das Leinen des Bettlakens war feucht, insbesondere dort, wo ich es zwischen meine Schenkel geknüllt und mich im Schlaf daran gerieben haben musste. Gott war mir heiß. Ich fuhr mir mit der Hand über die Stirn und tastete auf dem Nachttisch nach der Wasserflasche, die ich mir am Abend aus der Küche mitgenommen hatte. Biene war so nett gewesen, mir für die drei Tage meines Besuchs ihr Schlafzimmer zu überlassen und selbst auf das Sofa im Wohnzimmer zu ziehen. Das sei das Mindeste, meinte sie, wenn ich schon das Luxushotel, das mir Stadthofer bezahlt hätte, ausschlug, um möglichst viel meiner Zeit in Venedig mit meiner besten Freundin verbringen zu können. Das Wasser half mir dabei, mich abzukühlen, ja, zumindest ein bisschen. Heiliges Kanonenrohr! Eine übergeschnappte Libido kurz vor dem vielleicht wichtigsten Meeting meiner Karriere war keine so gute Idee. Dieser Traum! Oh Himmel! Und an allem war nur Don fünf Tagebart schuld. Irgendwas war da geschehen in den wenigen Augenblicken, in denen seine Arme nach meinen gegriffen hatten und seine Augen nach meiner Seele. <laughs> Klar. Deine Seele. Wenn, dann hat er nach was ganz anderem gegriffen. Nach etwas, das südlicher angesiedelt war und sich immer noch ziemlich feucht und geschwollen anfühlte. Okay. Es war an der Zeit, ein bisschen Realität in diese ganze abgefahrene Situation zu bringen. Die Leuchtziffern des Schlafphasenweckers auf Bienes Nachttisch verkündeten mir, dass es gerade einmal dreiviertel acht war. Ich hatte also noch gut drei Stunden Zeit, um mich fit zu machen und diesen Traum endgültig abzuschütteln. Erst einmal einen Kaffee, dann eine kalte Dusche. Nach einem ordentlichen Peeling und einer gründlichen Rasur würde ich mich besser fühlen. Gestellter und nicht mehr so verletzlich. Ich schwang meine Beine über den Rand des Bettes und bemühte mich, die größten Staubmäuse auf dem Parkett zu umschiffen, als ich mir einen Weg in die Küche bahnte. Sabine war auch schon auf. Saß mit einem zum Turban gewickelten Handtuch auf dem Kopf und Watteröllchen zwischen den frisch lackierten Fußnägeln auf dem Sofa und blätterte in einem Modemagazin. Von dem sah sie auf, kaum dass sie mich aus dem Schlafzimmer kommen sah. Gewitterwolken verdunkelten ihre Stirn. Alles klar bei dir? Kaffee! Die Rädchen in meinem Sprachzentrum mussten regelmäßig mit Koffein geölt werden, um richtig zu funktionieren. Ließ sich von meiner Einsilbigkeit nicht beeinflussen. Das Magazin flog auf den Stapel mit all den anderen Zeitschriften auf dem Fußboden und im nächsten Augenblick rollte eine Lawine aus fehlgeleitetem Freundschaftssinn auf mich zu. Warum hast du nicht erzählt, dass du Albträume hast wegen diesem Kerl? Mensch, Hühnchen, David ist das doch nicht wert, der ist Abschaum. Nee, Quatsch, der ist nicht mal Abschaum, der ist der Glibber, der zurückbleibt. Wenn der Abschaum im Gully versickert ist, weil nicht einmal die Kanalisation ihn haben will. Ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Sorgen? japste ich. Und diesmal war ich so einsilbig, weil mir Bienes Umarmung die Luft zum Sprechen nahm. Ja, klar, was denkst du denn? Du hast geschrien, als ob eine ganze Truppe Hühnerjäger hinter dir her war, um dir jede Feder einzeln auszurupfen. Sie stemmte mich ein bisschen von sich und sah mir tief in die Augen. Also, alles klar bei dir? Ich fühlte die Röte in meine Wangen steigen und dankte meinem Daddy ausnahmsweise einmal für meine dunkle Haut. Ähm, Biene, das war kein Albtraum. Was, so ein Quatsch? Natürlich war das ein Albtraum. Ich hab dich doch schreien gehört. Ich hab schon überlegt, ob ich ins Zimmer gehen und dich wecken soll, aber... Dann habe ich mich erinnert, dass das schwerwiegend Folgen auf metaphysischer Ebene haben kann, wenn man den Träumenden aus dem Schlaf reißt, bevor das Unterbewusstsein sich von dem Horrorszenario verabschiedet hat. Auf metaphysischer Ebene? Irgendwie war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich wirklich schon wieder wach war. Ja, klar, Aurafelder und so. Du weißt schon, ich habe das mal gelesen. Und du brauchst doch heute all deine Durchsetzungskraft für dieses Meeting. Ihre Augen sahen mich so treuherzig an, dass ich langsam aber sicher zu der Erkenntnis gelangte, dass sie wirklich jedes Wort ernst meinte, das sie sagte. Ehrlich, Biene war ein Herz von einem Menschen und die allerbeste Freundin, die man sich wünschen konnte. Aber manchmal fragte ich mich, was der liebe Gott sich dabei gedacht hatte, sie ohne Beipackzettel mit Warnhinweisen zu den möglichen Nebenwirkungen ihrer Bekanntschaft auf die Welt geschickt zu haben. Biene, sagte ich und bemühte mich, meine Stimme ernst und eindringlich klingen zu lassen. Erklär mir doch noch einmal, warum deine Eltern all das Geld für eine teure Privatschulausbildung ausgegeben haben. Wie kommst du denn jetzt darauf? Mit sanfter Gewalt löste ich mich aus ihrer Umarmung und hob ergeben die Hände. Himmel, Biene, metaphysische Störungen der Aurafelder? Was haben sie dir denn in den Kaffee getan? Das war kein Albtraum, okay? Mit meiner Meta-Aura ist alles in bester Ordnung. Aber der Groschen fiel pfennigweise, aber er fiel. Oh, machte sie schließlich, bevor ihre Lippen sich zu einem verruch in Grinsen verzogen. Ja, oh. Ich wandte mich ab, um einen Becher unter den Ausguss ihres topmodernen Kaffeevollautomaten zu stellen, kam aber nicht weit, weil sie mich am Arm packte und mitten in der Bewegung aufhielt. Wer? fragte sie und aus ihren augen sprühten blitze aus neugier und schalk während es mir endlich gelang den becher auf das gitter zu stellen und meinen morgenkaffee damit in greifbare nähe rückte hob ich die schultern und murmelte möglichst beiläufig der typ vom flughafen glaube ich also wirklich habe ich ihn nicht gesehen war anatomisch nicht möglich meine wangen brannten und ich konnte sie nicht ansehen konzentriert starrte ich auf die kaffeetasse die sich langsam füllte Wer? Sie runzelte die Stirn. Ich glaubte nicht, dass sie sich nicht erinnern konnte. Also schob ich es darauf, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass man nach so einem Malheur feuchte Träume von seinem Protagonisten haben könnte. Wäre mir an ihrer Stelle genauso gegangen. Na, der Kerl gestern, den ich mit dem Kaffee begossen hab. Du weißt schon, groß, braun gebrannt, schwarze Augen, schwarze Haare, toller Körper. Soweit kann ich dir schon folgen, aber hör mal. Seit wann stehst du denn auf solche Typen? Ich dachte immer, du stehst eher auf den Typ blondes Strahlemann-Lächeln mit zwei Grübchen in den Wangen. Du weißt schon, Typ Schwiegersohn. Der Typ aus dem Café war alles, aber kein Schwiegersohn. Das war heißestes venezianisches Gigolo-Vollblut. Und der Kerl hat dich im Traum so richtig heiß gemacht? Mhm. Und dann war da noch einer, fügte ich leiser hinzu und so beiläufig, wie es mir eben gelingen wollte. Du hattest. Ich ließ sie nicht zu Ende sprechen, sondern nahm mir meinen Kaffee, zwinkerte ihr noch einmal zu, bevor ich mich umdrehte und zum Bad ging. Ich nehme den Kaffee mit ins Bad, muss mich fertig machen. Bis gleich! Über die Schulter hinweg warf ich ihr eine Kusshand zu und sah, wie sie mir immer noch sprachlos hinterherblickte. Jawohl! 1 zu 0 für Clara. Senior Spitzenhöschen, ich komme! Genau so konnte der Tag weitergehen. Ich hatte mir nie viel dabei gedacht, wenn ich die Briefköpfe von La Jarretierra betrachtete, um die Telefonnummer abzulesen. Ich war nie in Venedig gewesen und die Adresse bedeutete mir nichts. Sabine hüllte sich in vielsagendes Schweigen beim Frühstück und wechselte zwischen fragenden und neidischen Blicken. Ich hatte noch mit den Nachwehen meines Traumes zu kämpfen und sprach nicht viel. Hunger hatte ich auch keinen. Der Termin für das Meet and Greet mit dem Strapsbaron war für 11 Uhr angesetzt. Sabine bestand darauf, mich dorthin zu bringen. In einem undurchschaubaren System aus Fußwegen und Booten würde ich sonst niemals ankommen, behauptete sie. Außerdem könnten wir dann im Anschluss an mein Meeting gleich eine Shoppingtour machen, fügte sie hinzu, denn die Adresse von La Jarretiera sei gleich neben dem Markusplatz. Zuerst zu Fuß, dann mit einem sogenannten Wasserbus auf dem Canale Grande. Zum Glück war das Gefährt hoffnungslos überfüllt, sodass gar nicht erst das Gefühl von Urlaub aufkam. Ich musste mich konzentrieren. Wann hatte ich zum letzten Mal so einen Traum gehabt? So real, so verdammt feucht und dann auch noch so langanhaltend. Ich ertappte mich dabei, wie ich in die Gesichter der Passagiere schaute und halb hoffte, halb fürchtete, den Mann mit der kaffeebegossenen Brust wiederzusehen. Konnte man mir ansehen, was ich dachte? Sabine schnatterte ununterbrochen und unterschied sich damit in nichts von den anderen Leuten an Bord, seines Touristen oder Einheimische. Viele Fahrgäste trugen teilweise haarsträubende Masken, und niemand schien es zu stören. Karnevalszeit. Offenbar nicht nur abends, wenn es dunkel wurde. Die Paradiesvögel hatten in La Serenissima den ganzen Tag lang Ausgang. Piazza San Marco. kam es knisternd aus den Lautsprechern, und Sabine schubste mich zum Ausgang. Wir laufen noch ein kleines Stück. Na hoffentlich, dachte ich beim Anblick der hoffnungslos überrannten Esplanade. Die Temperaturen lagen im einstelligen Bereich und viele der Flanierenden trugen farbenfrohe Mäntel. Trotz der Kühle hatten unzählige Verkaufsstände entlang der Wasserkante geöffnet und machten sicher ein Bombengeschäft mit ihren Masken, Umhängen, Federboas und was man noch alles so zu einem Karnevalskostüm gebrauchen konnte. Ich begann mir zu wünschen, dieses Treffen hätte zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden können. Den Markusplatz hätte ich mir schon ganz gern angesehen nur um sagen zu können, ich sei mal da gewesen. Aber Sabine klopfte auf ihre Uhr. Fünf vor elf. Ich würde ohnehin zu spät kommen. Seufzend tippelte ich in meinen hochhackigen Enkelboots hinter ihr her, die Esplanade hinunter. Über eine sich aufbäumende Brücke kreuzten wir einen Kanal. Vor einem hellrot gestrichenen Prachtbau blieb Sabine stehen. «Voila, Signorina!» Ich sah an der Fassade hinauf. «Das ist ein Hotel, Biene!» Sie nickte verdrossen. Das Beste am Platz? Wenn man den Reichen und Schönen glauben darf. Wir Normalsterblichen dürfen da nicht mal einen Fuß reinsetzen. <laughs> ich glaube, man muss beim Portier eine Kaution hinterlegen, dass man nichts anfasst. Biene, ich soll ins Hauptquartier von La Jarellchiera kommen und nicht in ein Konferenzhotel. Deinetwegen bin ich jetzt zu spät. Wo ist dieser Laden? Ohne hinzusehen, wies sie mit beiden Zeigefingern hoch in die Luft. Penthouse, Baby! Dem Herrn der Halterlosen ist das Beste offenbar gerade gut genug. Hast du dein Handy dabei und kannst heimlich ein Foto von ihm schießen? Ich beginne mir zu wünschen, dass der Kerl Single und anspruchsvoll im Bett ist, denn dann könnte ich mithalten. Sie sah mir ins Gesicht und grunzte. Du guckst, als hättest du gerade erfahren, dass Dagobert Duck diese Firma leitet. Verdammt, Biene, du bist ziemlich nah dran, dachte ich, weil mir das Bild aus der Financial Times einfiel. Ich fuhr mir mit beiden Händen über die Jacke meines Nadelstreifenhosenanzugs, um etwaige Falten auszubügeln, und nahm einen tiefen Atemzug. Dann wollen wir mal. Drück mir die Daumen. Darauf kannst du dich verlassen, Hühnchen. Halt die Ohren steif. Hühnchen haben keine Ohren. Danke fürs Bringen. Ich sitze im Café bei der Brücke, über die wir eben gekommen sind. Ich warte da auf dich. Wir können ja Charitiera-Unterwäsche kaufen gehen, wenn du fertig bist. Sehr witzig. Ich nahm an Mut zusammen, was ich finden konnte, und marschierte auf den Eingang des Hotels zu. Hinter mir konnte ich hören, wie Sabine die Anfeuerungen von Cat nachahmte, als Pretty Woman, Julia Roberts, auf den Lotus Esprit von Richard Gerlos marschierte. Work it, baby, work it. Ich unterdrückte den Drang, mir alle zehn Finger durch die Haare zu ziehen und aufreizend mit den Hüften zu wackeln. Außerdem hatte ich nicht solche kilometerlangen Beine und würde eher aussehen wie Dagobert Ducks kleine Schwester. Also ließ ich es bleiben. Der junge Mann, der am Eingang Schmiere stand, riss mir die Tür auf, was mich wunderte, denn nach Sabines ominösen Berichten von der Exklusivität des Hauses gehörte ich hier, trotz der hohen Absätze, nicht zur Zielgruppe. Der Ruf des Danieli-Hotels bestätigte sich dann aber, sobald ich ein paar Schritte weit in die Lobby vorgedrungen war. Die Einrichtung war einfach nur teuer. Ich war ganz sicher nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und auch in Davids Penthouse wurde ein Luxus nicht gespart. Aber das hier war nochmal was ganz anderes. Ich schluckte und kam mir schon wieder vor wie Julia Roberts. Diesmal beim Betreten des Regent Hotels. Vorsichtig, um ja nicht mit den Hacken hängen zu bleiben und womöglich den Teppich zu zerfetzen, trat ich an die Rezeption. Statt einer langbeinigen Blondine erwartete mich dort ein vollbettiger Grießkram jenseits der 60. Er stellte sich als Giancarlo vor, musterte mich unverhohlen von Kopf bis Fuß, abschätzig, taxierend, dann erst fragte er nach meinem Begehr. Ich habe eine Einladung zu einem Meeting mit Signor Contarini, Nicolo Contarini. Ich schickte ein Lächeln hinterher, purer Stolz darauf, die Worte ohne Stottern hervorgebracht zu haben. Der Concierge fiel ungefragt sofort in ein für italienische Verhältnisse geradezu makelloses Englisch, und ich hatte Mühe, mir nicht anmerken zu lassen wie sehr mich das verletzte. Ihr Name bitte, fragte er und schlug eine edel aussehende rote Mappe auf. Ich hatte gar nicht gewusst, dass es solche Mappen auch in Nobelversionen gab. Ein einziges Blatt Papier klebte darin. Ich erkannte den Briefkopf mit dem Firmenlogo von La Jarretiera darunter eine Reihe von Namen vier oder fünf handschriftlich aufgelistet. Du meine Güte, Clara Hummel, der Concierge winkte einen Pagen heran, ohne hinzusehen, während er einen der Namen auf der Liste durchstrich. Erleichtert stellte ich fest, dass andere Namen noch jungfräulich waren. Ich war also nicht die Letzte. Giovanni wird Sie zum Penthouse bringen, informierte er mich. Damit war ich entlassen. Beim Weggehen bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass er den Telefonhörer abnahm und eine Nummer wählte. Prima. Offenbar wurde ich angekündigt. Mein Magen machte einen Kopfsprung in Richtung meines linken großen Zehs. Der Trip im Aufzug dauerte wenige Sekunden. Penthouse hier war halt nicht vergleichbar mit Penthouse in modernen Wohntürmen. Das hier waren architektonische Meisterleistungen, die mit den Füßen im Wasser standen. Und das seit Jahrhunderten. Da war es ohnehin ein ziemlicher Quantensprung, dass man es geschafft hatte, Aufzüge hinein zu installieren. Giovanni sprach die ganze Zeit kein Wort. Vermutlich gehörte zu seiner Aufnahmeprüfung als Hotelpage, dass er nicht mal dann ein Laut von sich gab, wenn man ihm die Zunge rausriss. Ich schauderte. Blöder Witz. Die Fahrstuhltüren glitten auseinander. Giovanni ging voraus, wies mit ausladender Geste nach links, einen teppichbelegten Gang hinunter. Er selbst verzog sich zurück in seinen Kasten, der mit einem aufdringlichen Jaulen wieder nach unten zurückkehrte. Ich passierte mehrere Türen. Rechts und links des Ganges, die mit La Jarretiera und diversen Zusätzen gekennzeichnet waren: Sekretariat, Marketing, Assistenz der Geschäftsleitung. Unfassbar. Senior Tanga besaß tatsächlich den Größenwahn, sein Firmenhauptquartier im Penthouse eines Nobelhotels zu verstecken. Zwei verschlossene Türen blieben. Eine trug die Aufschrift Geschäftsleitung. An der letzten Tür gab es auf dem Messingschild lediglich das mir inzwischen allzu vertraute Firmenlogo. Als ich meine Handflächen aneinander rieb, merkte ich, dass sie kalt von Angstschweiß waren. Reiß dich zusammen, Hühnchen, dachte ich und runzelte die Stirn. Es ist ein verdammtes Meeting, das hast du schon hundertmal gemacht. Gerade als ich die Tür zu diesem letzten Raum aufdrücken wollte, öffnete sich die Tür zum Büro der Geschäftsleitung. Im gleichen Augenblick gab der Fußboden unter mir nach. Mitte 30, schätzte ich. Präzise gestutzter, dunkler Bart auf Oberlippe, Wangen und Kinn, das lockige Haar ein bisschen zu lang. Kein Jackett. Das weiße Hemd, dankbarerweise ganz ohne Kaffeeflecken, stand ein wenig zu weit offen, um einen seriösen Geschäftsmann zu signalisieren. Aber was war auch seriös an einem Mann, der sich mit einem Passbild von Dagobert Duck in the Times zeigte? Das V seines Kragens ließ eine haarlose, braun gebrannte Brust mit definierten Muskelsträngen ahnen. Oh Himmel. Ich starrte ihn an und hatte nichts zu sagen. Meine Reaktion gestern auf den Gigolo an der Bar hatte mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Nicolo Contarini war ein Sonnensturm, der eine ganze Galaxie zum Einsturz bringen konnte. Guten Morgen Fräulein Hummel, begrüßte er mich kühl und in perfektem Deutsch. Natürlich. Nicolo Contarini war in Deutschland aufgewachsen, bis sein Vater ihn nach Italien geholt hatte. Hatten Sie eine angenehme Nacht in Venedig? Es ist zurzeit etwas laut hier. Fräulein Hummel, wie redete der mit mir? Was fiel ihm ein? Ja, mir jedenfalls fiel gar nichts ein. Ich starrte ihn an, und mein Gehirn weigerte sich zu verarbeiten, was meine Augen sahen. Ein statisches Kribbeln begann über meinen Nacken zu rinnen, über meine Schultern, meine Brüste. Ich konnte nicht verarbeiten, was meine Ohren hörten. Eine Stimme wie alter Rotwein. Meine Brustwarzen zogen sich zusammen. So dunkle Augen, dass sie schwarz wirkten. Die Gene seiner deutschen Mutter waren an diesem Mann vorbeigezogen und hatten ihn nicht mal angehustet. Er sah hinreißend aus, heiß, aber er war kalt, wie ein Eisblock. Er legte eine Hand um meinen Oberarm und da erst merkte ich, dass ich auf meinen brutalen Absätzen zu schwanken begonnen hatte. Kommen Sie, Signorina Hummel. Das ist übrigens ein interessanter Name. Sind Sie verwandt mit Ludwig Hummel, dem Feinkostunternehmer? Mein Mund klappte auf. Woher kennen Sie? Er zuckte mit den Schultern, schloss seine Bürotür hinter sich und wies hinunter zur Tür dieses letzten Zimmers. Der Konferenzraum ist dort. Nach Ihnen, Signorina Hummel, bitte. Ich habe mich ein wenig auf der Firmenwebseite von Stadhufer umgesehen. Sie sprechen perfekt Italienisch. Das wird es einfacher machen. Meine anderen Gäste heute kommen aus Mailand, Rom und Florenz. Und es wäre mühsam, alles für Sie zu übersetzen. Ich bin kein Mann, der unverhältnismäßige Mühen in unrentable Projekte investiert. Er stieß die Tür auf. Dass er mich vorangehen ließ, erschien mir fast wie ein Wunder an Höflichkeit. Alles andere an diesem Kerl deutete darauf hin, dass er von dem sprichwörtlichen Charme der Italiener noch nie auch nur gehört hatte. Unfreundlich und respektlos. Ich wünschte mir passenderes Schuhwerk angezogen zu haben, um ihn ordentlich treten zu können. Zum Teil für sein überhebliches Auftreten. Zum anderen Teil für die Reaktion, die in meinem Körper nichtsdestotrotz abrang. Ein Mann und eine Frau schnatterten aufgeregt bei einer Tasse Kaffee. Ich nahm mir einen Augenblick Zeit, um einen tiefen Atemzug zu holen und fand wenigstens ein bisschen meiner Fassung wieder. Deshalb habe ich mich ja auch freiwillig gemeldet, sagte ich und sah ihn mit verengten Augen an. Um es für Sie einfacher zu machen, Senior. Ich bin nicht gerade erfreut darüber, wie sich die Dinge hier entwickeln. Ah, Spirito. Ein Grinsen und seine Augen leuchteten für einen Moment auf. Er wäre hinreißend, wenn er nicht so unglaublich kalt gewesen wäre. Es war einfach nicht möglich, ihn in mein Gefühlsleben einzuordnen. Und den Blick in diese dunklen Augen musste ich komplett meiden, wenn ich nicht ununterbrochen meinen Traum von letzter Nacht Revue passieren lassen wollte. Die Stimme. Ich stand dem Kerl zum ersten Mal in meinem Leben gegenüber, und doch hatte seine Stimme mich bereits geflügelt. Ich dachte mir schon, als ich ihr Bild gesehen habe, dass sie Spirito haben. Von ihnen gab es ja leider kein Bild zu sehen. Erwiderte ich spitz. Sonst hätte ich auch mit einer bereits vorgefertigten Meinung in dieses Meeting gehen können. Er lachte kühl und nahm den Telefonhörer auf. Knapp und abgehackt bestellte er zwei doppelte Espressi beim Zimmerservice, ohne dabei den Blick von mir zu wenden. Das haben Sie doch ohnehin, sagte er. Nachdem er das Gespräch beendet hatte. Er wies auf mein Handtäschchen über der Schulter. Arbeiten Sie mit Mobiltelefon? Was? Kein Computer dabei? Äh, mir wurde am Telefon von Ihrer Assistentin gesagt, dies sei ein Kennenlernen-Meeting, in dem ich noch nicht die Chance bekommen werde, Zahlen zu präsentieren. Mehr culpa. Er hob die Hände und nahm sich eine Praline aus einer Schale in der Mitte des Tisches. Es würde einfach nur zu Ihnen passen. Aktenkoffer, Laptoptasche, Sie wissen schon immer vorbereitet. Deutsche Gründlichkeit. Das Personal von Stadthofer gilt als besonders teutonisch gedrillt. Haben Sie irgendein Problem mit Alois Stadthofer Nachfolger, Signor Contarini? Er sollte uns die bescheuerte Lizenz für seine Unterhosen verkaufen. Sympathie war dazu nicht notwendig. Er hob eine Braue und bot mir die Schale mit den Pralinen an. Ich ignorierte auch diese Geste geflissentlich. Wie kommen Sie nur darauf? Als hätte ich es für nötig befunden, etwas sehr Dummes, sehr Offensichtliches anzusprechen, schüttelte er den Kopf mit einem leisen Schmollen auf den Lippen und stellte die Süßigkeiten zurück auf den Tisch. Er nahm dem Mädchen vom Zimmerservice das kleine Silbertablett mit dem Espresso ab und schob mir eine Tasse zwischen die Finger. Trinken Sie, dann ist Ihr Mund mit etwas Sinnvollem beschäftigt. So fassungslos, dass ich nicht mal über eine Antwort nachdenken konnte, nahm ich die Tasse entgegen. Im Schlepptau des Mädchens waren noch zwei beanzugte Herren in den Raum gekommen. Offenbar die letzten, die Master Baby Doll noch erwartete. Er ließ mich mit meinem Espresso stehen, schloss die Tür und bat alle Anwesenden, Platz zu nehmen. Dummerweise wurde ich während des Meetings das Gefühl nicht los, dass er noch lange nicht mit mir fertig war. Die Vertreter der italienischen Kaufhausketten begegneten ihm heute nicht zum ersten Mal. Und die Verhandlungen mit den Leuten erwiesen sich als bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Nicolo Contarini redete gewandt, flüssig, dachte selten über seine Worte nach und setzte jeden einzelnen Satz perfekt. Ein Mann von Welt, der wusste, wie man sich verkaufte. Und er wusste, was er wollte. Und was er wollte, war nicht Stadthofer. Er ignorierte mich vollkommen. Ich saß an diesem Tisch, das Gespräch floss an mir vorbei, niemand sah mich auch nur an. Ich überlegte, ob sie es überhaupt merken würden, wenn ich aufstand und ging. Was tat ich eigentlich hier? Doch zu gehen, das würde bedeuten, dass Contarini gewann. Ich brauchte diese verdammte Lizenz. Meine Finger zitterten vor unterdrückter Wut. Obendrein war der Espresso der beste, den ich je getrunken hatte. Signora Hummel? Der Mann, der mir die Hand zum Abschied entgegenstreckte, war der Chefeinkäufer des Larinascente in Mailand. Bitte grüßen Sie Ihren Herrn Vater von mir. Verwirrt schüttelte ich die dargebotene Hand und stellte fest, dass ich allein mit Contarini im Raum stand, als der Mailänder den anderen in den Korridor folgte. Contarini packte seine Unterlagen zusammen, schloss die Mappe und ließ sie auf dem Tisch liegen. Irgendwann hob er den Kopf und sah mich an. Einen guten Tag, Signora Hummel. Wie bitte? Meinte der das ernst? Signor Contarini, ich habe einen Termin in Udine. Halt. Ich hob beide Hände, schloss die Augen und atmete tief durch. Sie haben einen Termin mit mir. Ich öffnete die Augen wieder und sah, dass sein hinreißender, sanft geschwungener Mund lächelte. Das Lächeln erreichte nicht seine Augen. Der Termin in Udine ist wichtiger, erklärte er. Es geht um viel Geld und um den Kontakt zu einem alten Geschäftsfreund meines Vaters. Also werden Sie mich entschuldigen. Er räusperte sich und für einen Herzschlag lang hatte ich den Eindruck, dass es ihm leid tat. Der Augenblick verflog. Es tat ihm nicht leid. Er hatte das hier alles geplant. Genau so, wie es abgelaufen war. Ich hasste diesen Mann. Wenn Sie wünschen, kann ich morgen. Er zog sein Handy aus der Tasche und drückte ein paar Tasten. Morgen Mittag, sagen wir gegen zwölf Uhr. Ich könnte mich für eine Stunde frei machen. Ich würde das Mittagessen ausfallen lassen und Ihnen die Gelegenheit geben, mir Ihre Unterlagen vorzulegen und das Angebot von Stadthofer zu unterbreiten. Die Art, wie er den Firmennamen aussprach, legte sich wie ein Mantel aus Eis um meine Schultern. Bemühen Sie sich nicht, wollte ich sagen. Ausgerechnet dieser Mann wollte mir ein schlechtes Gewissen einreden, dass er seine Pasta nicht in den Bauch bekam. Aber ich konnte das nicht sagen. Ich konnte die Gelegenheit, die er mir gab, nicht ausschlagen. Mein Job hing daran, meine Karriere. Ich hatte meine Karriere durch meine Beziehung mit und meine Trennung von David hindurch gerettet. Ich würde nicht zulassen, dass dieser Gigolo mir das kaputt machte. Ich werde hier sein, sagte ich, raffte meinen Stolz zusammen und verließ den Konferenzraum. Mit Konstanten hatte ich in letzter Zeit so meine Schwierigkeiten. Meine Beziehung war in die Brüche gegangen, mein Job hing in der Schwebe, und ich warf mich in aussichtslose Unterfangen, um mich vor dem beruflichen Absturz zu bewahren. Meine Beine trugen mich immer öfter nur noch widerwillig, vor allem dann, wenn ein Fünftagebad involviert war. Es war gut, Dinge zu haben, auf die selbst ich mich noch verlassen konnte. Bene zum Beispiel. Während ich wie ein begossener Pudel auf der Bank am Fenster des kleinen Cafés saß, lustlos im Cappuccino rührte, und keinen Geschmack am Mandelhörnchen fand. Das Schlimmste war der letzte Punkt, denn Mandelhörnchen waren von jeher der Tod meiner Diäten gewesen. Und wenn selbst deren Duft mich nicht mehr erreichte, dann stimmte was nicht, wetterte Biene wie ein sizilianisches Fischweib. Wahrscheinlich wollte sie mich nur aufmuntern. Ändern. Konnte sie es ja doch nicht. Der Kerl hat was getan? Ihre Augen sprühten Mordlust. Ich hob die Schultern bis an die Ohren und löffelte den Milchschaum vom Cappuccino herunter. Ist ja sein Recht als Geschäftsmann. Aber der hat das längst entschieden? Schon bevor du überhaupt losgeflogen bist? Und, und er besitzt die Dreistigkeit, das da zu sagen, vor den Augen und Ohren der anderen Leute, dass München ihm zu. Was hat er gesagt? Ich kann das gar nicht glauben. Er hat es ja nicht ausgesprochen, reichlich impliziert dass München ihm zu dörflich ist und Stadthofer eine Müllhalde so ungefähr. Seine Aufmerksamkeit gar nicht wert. Was für ein Arsch!, exklamierte sie im Brustton der Überzeugung und ließ sich gegen die Rückenlehne ihres Stuhls fallen. Der tut ja gerade so, als sei das nach vergammeltem Fisch stinkende Venedig der Nabel der Welt. Über meine Schulter hinweg sah ich auf den Markusplatz hinaus. Ein Schwarm Tauben flatterte auf und setzte sich wieder. Auf der anderen Seite des Platzes war eine Bühne aufgebaut, auf der ein Harlekin tanzte. Ein ganz in Königsblau gewandtes Pärchen flanierte direkt vor dem Fenster vorbei. Auf den Umhängen glitzerten Silbersterne im kühlen Sonnenlicht, die Gesichter waren ganz hinter schneeweißen Masken versteckt und auf den Köpfen saßen himmelschreiende Hutkreationen. Als ich mir den Anblick von Dirndl und Lederhosen und Maß anstelle von Champagnerflöten auf diesem Platz vorstellte, Kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass Senior Strumpfband vielleicht doch nicht so ganz unrecht hatte. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass da mehr dahinter steckte. Ein Mann legte nicht einen solchen Aufstieg hin, wenn er nicht wusste, was professionelles Geschäftsgebaren war. Und gegenüber den italienischen Kollegen hatte er das ja durchaus auch an den Tag gelegt. Es war nur ich gewesen, die er abgekanzelt hatte, wie ein unartiges Schulkind, das seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Und ich fragte mich, was ich getan hatte. Um diese persönliche Antipathie zu verdienen. Schließlich war ich ihm heute das erste Mal begegnet. Ich seufzte und wandte mich wieder Biene zu. Er hat mir immerhin angeboten, mich morgen noch einmal allein zu treffen. Ich soll hinkommen und die Zahlen von Stadthofer aus den vergangenen fünf Jahren präsentieren. Dann wird er seine Entscheidung gegebenenfalls nochmal überdenken und statt Hamburg oder Berlin doch München ins Auge fassen. Hühnchen. Sabine setzte ihre Tasse ab und griff nach meinen Händen. Scheiß auf den Typen. Was glaubt der, wer er ist? Es gibt hunderte von Designern, die sich mit Unterwäsche befassen. Mal abgesehen davon, dass es nur so und so viele Möglichkeiten gibt, das Schamdreieck einer Frau so zu verbergen, dass man alles sieht, was er zu sehen wünscht. Er ist bloß einer von vielen. Ich sah auf meine Hände in ihren und seufzte erneut. Einer von vielen. Stimmte ja. Stadthofer hatte bereits die Lizenz für ein französisches Label und eine ernüchternd teure amerikanische Designerin. Stadthofer will La Jarretiera, sagte ich leise. Wenn ich den Account nicht lande, fliege ich. Das ist doch Schwachsinn. Die können dich doch nicht feuern, weil dieser Kerl ein Arsch ist. Er ist Geschäftsmann und alleiniger Firmeninhaber, der kann machen, was er will. Und klar kann Stadthofer mich feuern. Hast du eine Ahnung, wie hoch die Umsätze wären, die Stadthofer mit Contarinis Sachen machen kann? Die Zahlen aus der Marketingabteilung sind schwindelerregend. Es ist bloß Stoff, Clara. Ich lachte bitter. Klar, bloß Stoff. Wenn du es dir leisten könntest, würdest du auch nicht Nein sagen zu einem Babydoll von Contarini. Ich dachte an die Bilder und an die Materialproben, die durch meine Finger gegangen waren. Unverschämt sexy. Heiß. Wirklich heiß. Wenn ich sowas in meinem Schrank gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nie zu dem Desaster mit dem Farbkopierer gekommen. Der Gedanke kam mir nicht zum ersten Mal und war ernüchternd. Das Hühnchen ging unter die Gürtellinie, belehrte sie mich und trank ihren Kaffee aus. Ich runzelte die Stirn. Was hatte ich gesagt? Sie musste das Fragezeichen auf meiner Stirn gesehen haben und spitzte die Lippen dass ich mir sowas nicht leisten könnte und nur deshalb nicht besitze. Ich, meine Liebe, habe ganz andere Vorzüge und ich habe noch keinen Venezianer aufgerissen, der die nicht zu würdigen gewusst hätte. Und du, Schokoladenkeks, hast noch viel bessere Vorzüge. Lass uns einkaufen gehen. Was willst du denn kaufen? Wir gehen heute Abend auf die Feiermeile, Süße. Wir kaufen dir ein Kostüm und dann organisieren wir dir einen Mann, der dich auf andere Gedanken bringt, als darauf, dass du nur durch das wertvoll wirst, was du auf der Haut trägst. Nebel stieg auf aus den Kanälen, hüllte Pracht gleichermaßen in einen Mantel wie Verfall, dämpfte das Klappern unserer Absätze und legte sich auf die Zunge, frisch und prickelnd wie junger Weißwein. Am Markusplatz bogen wir links ab, die Kalle Kanonika entlang, hinein in das Treiben aus prächtigen Kostümen und Masken. Goldenes Licht aus den Straßenlaternen brach sich unendlich Fach in der Feuchtigkeit der Luft, verzerrte wachsbleiche Masken von feiernden zu grausigen Fratzen. Bis ein Blinzeln ein Lächeln enthüllte. Tränenförmige Edelsteine, bunte Federn. Überall waren Menschen. In kleinen Grüppchen standen sie vor den Espresso-Bars, rauchten, lachten, tanzten im Takt der Musik aus unzähligen Lautsprechern. Was trinken? Biene hielt meine Hand, damit ich nicht verloren ging in dem nächtlichen Getümmel. Klar! Meine Schultern hoben sich in einer indifferenten Geste. Ich kam mir fremd vor in dem Umhang aus schwarzem Samt, den Biene mir aus ihrem Fundus geliehen hatte, und dem zu dem Umhang passenden Zylinder auf meinem Kopf. Darunter trug ich Jeans und Pullover. Das war ein Kompromiss, mit dem wir beide leben konnten. Sie zog mich um eine weitere Häuserecke, bis wir wieder vor einem Kanal standen. Unterhalb der Brücke flackerten die Lampions eines kleinen Restaurants auf dem nachtschwarzen Wasser. Komm, da entlang. Wahrscheinlich kriegen wir nur noch einen Stehplatz auf der Terrasse. Aber von dort hat man einen atemberaubenden Blick auf die Rialto-Brücke. Um ehrlich zu sein, war es mir ziemlich egal. Obwohl im Laufe des Nachmittags ein wenig von der Bitterkeit der Enttäuschung von mir abgefallen war, stand mein Launenbarometer noch lange nicht auf Feiern. Der Abgang zur Terrasse führte durch einen düsteren Steingang, vorbei an dem Gastraum des Lokals, an dem immer noch alle Tische besetzt waren, über eine schmale Treppe nach unten. Der Geruch nach brackigem Wasser verstärkte sich, und durch einen weiteren kleinen Rundbogendurchgang betraten wir die Terrasse. Wie Sabine prophezeit hatte, waren die wenigen Stehtische bereits besetzt. Wir mischten uns unter die anderen Gäste, und Biene versicherte sich, dass sie mich allein lassen konnte, bevor sie uns an der Bar zwei Spritz organisierte. Unruhig trat ich von einem Bein auf das andere und machte gute Miene zu zermürbendem Spiel. Sicher, ich war kein Kind von Traurigkeit. Ich mochte angenehme Gesellschaft. Und zu meinem Job als Einkäuferin bei Stadthofer, ebenso wie bei dem als Adoptivtochter von Ludwig Hummel, gehörte es, dass ich mich flitternd und ungezwungen auch auf dem sozialen Parkett bewegen konnte. Heute war das anders. Ich fühlte mich allein und nicht zugehörig. Mein Nacken begann zu kribbeln und ich sah mir über die Schulter. Doch da war nichts. Nur Masken. Fremde ins Gespräch vertieft, und die Klänge von Vivaldis für Jahreszeiten aus den Lautsprechern schwebten locker und leicht über der ganzen Szenerie. Sorry, lange Schlange. Hier. Unbemerkt war Biene wieder an meine Seite getreten. Sie reichte mir eines der Cocktailgläser und hielt mir ihres zum Anstoßen hin. Auf alle, die dich kennen und wissen, wie großartig du bist. Und wer dich nicht kennt, der kann dich mal, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu, bevor unsere Gläser sich mit einem leisen Klicken berührten. In der orangefarbenen Flüssigkeit meines Spritz schwamm eine auf den Zahnstocher gepiekste Olive. Nach der angelte ich als erstes, um sie abzuknabbern, bevor ich einen ersten Schluck nahm. Nicht übel. Gar nicht so übel. Und schon was Aufregendes gesehen?", fragte Biene. Sie ließ ihren Blick ebenfalls in die Menge schweifen. Ich nahm noch einen zweiten Schluck und schüttelte den Kopf. Langsam entfalteten Aperol und Prosecco ihre Wirkung. Woher soll ich das denn wissen unter den ganzen Kostümierungen? Biene kicherte und deutete mit dem Kinn auf zwei Gestalten in schwarzen Umhängen mit langnasigen Halbmasken und roten Rüschenhemden, die ein wenig rechts von uns direkt an dem Geländer zum Kanal standen. Eben das schärft doch den Blick fürs Wesentliche. Schau doch mal die. Ich wette, der Größere ist eine Wucht im Bett. Wer so dasteht, weiß, was er mit seinem Körper anfangen muss. Ich kniff die Augen ein wenig zusammen und leerte meinen Spritz. Biene hatte recht. Der, von dem sie redete, strahlte wirklich pure Männlichkeit aus, unter all den Rüschen und dem Pomp. Die Beine hüftbreit gespreizt, stand er da, hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Den Kopf trug er hoch, die Schultern gestrafft. Selbst im unsteten Licht der flackernden Laternen und unter all den Lagen Stoff konnte man die Aura aus Selbstbewusstsein wahrnehmen, die ihn umgab. Ein Kellner ging an uns vorbei, in der Hand ein Tablett voller Prosecco-Gläser. Biene griff sich zwei, zahlte und reichte mir eines. Und? Habe ich recht? Ich grinste zurück. Mittlerweile kam mir das alles hier gar nicht mehr seltsam vor. Auf jeden Fall! Der Prosecco schmeckte ebenso gut wie der Spritz zuvor. Die beiden langen Nasen mussten bemerkt haben, dass wir sie beobachteten. Denn es dauerte nicht lange, bis sie sich langsam, ein wenig zu unauffällig, um nicht aufzufallen, ohne ihr Gespräch zu unterbrechen, in unsere Richtung bewegten. Schließlich stieß der Größere mit der Schulter gegen Bienes Arm. Ein glitzernder Schwapp Prosecco ergoss sich aus Bienes Sektflöte über ihre Finger. Ah, scusa, Signorina. Der Große drehte sich ganz zu uns um und tupfte mit der Serviette, die um den Fuß seines Glases geschlungen war, Bienes Finger ab. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich grinste vor mich hin und zwinkerte Biene zu. Namen wurden ausgetauscht und Blicke. Der Kleinere, der sich als Stefano vorstellte, offenbar für SAP in Mailand arbeitete und nur für den Karneval nach Venedig gekommen war, war nett. Aber dann doch nicht nett genug, um in mir den Wunsch nach einem Flirt zu wecken. Außerdem begann mein Kopf sich ein wenig zu drehen. Nach meinem dritten Glas Prosecco meldete sich meine Blase. Ich zupfte Biene am Arm, was ein wenig kompliziert war, weil sie sich mittlerweile in enger Umarmung mit dem Großen befand. Ich muss mal wohin? Bleibt ihr hier? Nebensächlich befreite sie sich aus den festen Armen, um mich besser ansehen zu können. Soll ich mit? Nee, nee, lass mal, das schaffe ich schon. Große Mädchen können allein pinkeln. Bleib nur hier, dann weiß ich, wo ich nach dir suchen muss. Ich glaube nicht, dass ich allein wieder zurück zu deiner Wohnung finden würde. Klar. Ich war schon dabei, mich wegzudrehen, da hielt sie mich wieder auf. Weißt du, wo es lang geht? Du musst die Treppe hoch und auf die andere Straßenseite. Die Toiletten sind im Hauptrestaurant. Alles klar, bin gleich wieder da. Inzwischen bevölkerten gut und gern doppelt so viele Menschen wie bei unserer Ankunft die Terrasse. Ich musste sie zur Seite schieben, stoßen und drücken, um wieder zu dem Aufgang zu kommen und der Treppe. Mein Atem ging rau, schon von wenigen Stufen. Mein Kopf schwamm vom Sekt. Boah, Zeit nach Hause zu gehen. Nur noch schnell aufs Klo, dann würde ich Biene um den Hausschlüssel bitten und zusehen, dass ich irgendwie das System der Nachtlinie der Wasserbusse entschlüsseln konnte. Mit Biene war heute Nacht wahrscheinlich eh nicht mehr viel anzufangen. Ich hatte noch nicht die oberste Stufe erreicht, da kam mir eine wogende, schwankende Masse entgegen. Stimmengewirr, das Trappeln von schweren Sohlen auf rauem Stein. Eine ganze Gruppe Feiernder stürmte in Richtung Terrasse. Sie beachteten mich nicht. Instinktiv griff meine Hand nach dem Geländer. Ich schwankte. Sie stießen mich, drückten. Ich drohte die Balance zu verlieren. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Eine silbergraue, glitzernde Wolke verfing sich in meinem Augenwinkel, aber als ich den Kopf drehte, war da nichts mehr. Dann war es vorbei. Bemüht zwang ich mich dazu, tief durchzuatmen. Ich meisterte die restlichen Stufen, überquerte die Straße, fand das Hauptrestaurant. Vor der Damentoilette hatte sich eine kleine Schlange gebildet. Während ich wartete, lehnte ich mich mit dem Rücken an die Wand. Zeit verrann. Menschen kamen und gingen. Mädchen mit rot bemalten Wangen, Damen in ausladenden Roben und silberfarbenen Perücken. Endlich war ich an der Reihe. Ich erledigte, was es zu erledigen gab, und warf mir nach dem Händewaschen ein Schwall kaltes Wasser ins Gesicht. Im Spiegel sah mir ein Gesicht mit tiefen Augenrändern entgegen. Das Bild war verzerrt, ein wenig unscharf. Die Umrisse meines Kopfes schienen an den Rändern zu zerfasern. Okay, Feierabend. Genug für heute. Ich wischte mir die Hände an meinem Umhang ab und machte mich auf den Weg zurück zu Sabine. Ich kam nicht weit. Dort, wo die Treppe hinunter zu der Terrasse führte, war nun ein Seil gespannt zwischen zwei silbernen glänzenden Pfosten. Links und rechts hatten sich zwei Türsteher aufgebaut, in Kostümen der historischen Stadtwache. Ich trat zu ihnen heran und fügte mein bestes Italienisch zusammen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss da durch. Scusa, signorina, wegen Überfüllung geschlossen. Aber meine Freundin ist dort unten. Ich war doch nur schnell auf der Toilette. Haben Sie einen Stempel? Einen Was? Ach, du liebes Bisschen, das war ja fast so schlimm wie in einer dieser Teenie-Diskos. Schlagartig war ich nüchtern. Ich stemmte meine Hände in die Hüfte und baute mich zu voller Größe auf. Hören Sie, ich wollte ohnehin gerade gehen. Aber ich brauche den Wohnungsschlüssel. Lassen Sie mich rein. Sie können ja gern mitkommen und mich persönlich rauswerfen, wenn es sich herausstellt, dass ich lüge. Ich breitete meine Arme aus, sodass ich mit dem Wagenradumhang aussah wie Graf Dracula, und wies auf meinen auffälligen Hut. Oder glauben Sie, dass Sie mir nicht folgen könnten? Stempel. In die Stimme des einen hatte sich eine deutlich genervte Kante eingeschlichen. Haben Sie mir eigentlich nicht zugehört? Ich brauche. Ich kam nicht weiter, da hatte mich der linke Gorilla schon am Arm gepackt und zur Seite gezogen, um einem Paar, das zwischenzeitlich hinter mich getreten war, Platz zu machen und für sie die Absperrung zu lüpfen. Der Griff um meinen Oberarm war unnachgiebig und eisenhart und vereitelte meinen wenig subtilen Versuch, mich hinter den beiden herzustellen. Gehen Sie, Signora. Jetzt. Säure stieg mir in die Kehle, als mir klar wurde, dass ich keine Chance hatte. Hinter meinen Augen brannte es. Ich zog meinen Arm aus der Umklammerung und machte ein paar Schritte zur Seite. Die Bestandsaufnahme meiner Hosentasche ergab ein Barvermögen von 7,82 Euro. Ich hatte mein Bargeld Biene gegeben, als wir losgezogen waren, weil zu ihrem Kostüm ein kleines Täschchen gehörte und meine Jeans clevererweise keine Taschen hatte. Mein Handy lag auf Bienes Nachttisch. Meine Füße taten weh. Hinter meinen Schläfen hämmerte es. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Plötzlich war er da. Einfach so aus dem Nichts. Ich fragte mich, wie der Mann, der plötzlich hinter den Sicherheitskräften auftauchte, mir bisher entgangen sein konnte. Zumindest nahm ich an, dass es sich um einen Mann handelte. Für eine Frau wäre er verdammt hochgewachsen gewesen. Sein Kostüm war das ausgefallenste, das ich an diesem Abend gesehen hatte, und zwar mit Abstand. Mir blieb fast das Herz stehen. Der Schneekönig. Bei einer Vivaldi-Aufführung der vier Jahreszeiten gäbe es keine Frage, wer das sein sollte. Ein leichter Wind fuhr durch die Gasse, in der wir standen. Und Bahnen über Bahnen von weißen, grauen und silbernen Stoffen bauschten sich auf dem Umhang, der bestimmt 20 Kilo wog. Verziert war diese Extravaganz mit Perlenschnüren und Strasssteinchen, die im Licht der Laternen blitzten und Schnee imitierten. Die äußere Lage des Umhangs bestand aus hauchzarter Georgette mit winzigen aufgenähten Sternchen, in deren Mitte sich jeweils eine stecknadelkopfgroße Leuchtdiode befand. Wie lange dauerte es, so ein Kostüm anzufertigen? Meine Augen begannen zu tränen. Nur der Wind, versuchte ich mir einzureden. Nur der Wind und nicht etwa diese Erscheinung, die ich anstarren musste. So sehr, dass ich das Blinzeln vergaß und meine Müdigkeit und überhaupt alles. Auch die Welt um uns herum. Die Sicherheitsleute ließen sich beinahe willenlos von ihm zur Seite schieben, sobald sie seiner Gewahr wurden. Der Mann strahlte eine unnachahmliche Präsenz aus. Sein glatt rasiertes Gesicht war gänzlich weiß bemalt, auch die sinnlich geschwungenen schmalen Lippen. Dunkle Augen hinter einer Halbmaske aus Silber und Strass. Über all dem ein Kopfputz, der dem Glanz noch im wahrsten Sinne des Wortes die Krone aufsetzte. Weiß und silbern gefärbte Federn, Tüll und Georgette, Strass und Perlen. Auf eine unwirkliche, beinahe schon androgyne Art war er das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen hatte. Er hielt einem der Wachmänner sein Handgelenk unter die Nase, streifte den silbergrauen Handschuh ein wenig zurück und ließ den Mann offenbar seinen Stempel sehen. Der Wachmann wich noch einen Schritt zurück und stammelte eine Entschuldigung. Der Schneekönig winkte mir ungehalten zu. Dai, Michina. Adesso. Er lupfte das Absperrband. Keiner hielt uns auf. Und mich auch nicht mehr. Der Unbekannte griff nach meiner Hand, als wären wir alte Bekannte, und zog meine Finger durch seinen angewinkelten Ellenbogen. Ich überlegte einen Moment, was wir wohl für ein Bild abgeben mochten. Der Schneekönig und die Schornsteinfegerin? Oh je. Wo ist ihre Freundin? fragte er so leise, dass ich ihn kaum hörte. Der singende Akzent eines venezianischen Playboys. Ganz und gar nicht Androgyn. Natürlich. Keine Ahnung. Sie stand vorhin vorn. Am Geländer zum Kanal. Jetzt stammelte ich auch noch. Himmel noch eins. Clara Hummel stammelte nicht nie. Und schon gar nicht wegen des Anblicks eines fremden Mannes. Nur, dass offenbar meine verfluchten Gehirnzellen sich nicht mehr daran erinnerten, seit ich venezianischen Boden betreten hatte und mich nun schon das zweite Mal betrogen. Möchten Sie Champagner? Es kann dauern, ehe wir Sie finden. Hier ist die Hölle los. Ich möchte nur noch nach Hause, murmelte ich und versuchte meine Hand von ihm wegzuziehen. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Ich finde Sabine alleine. Zumindest wäre das die sicherste Vorgehensweise. Die Frage, wie sich seine Haut anfühlen würde unter all dem Stoff, begann nämlich mit nervtötender Penetranz an die Oberfläche meiner Gedanken zu kriechen. Er sah auf mich herunter. Das Gesicht regungslos. Nicht nur wegen der Maske, auch seine Lippen bildeten einen in weißen Marmor gemeißelten Strich. Ich wollte diese Lippen lächeln sehen. Der Wunsch war so plötzlich da, dass ich ihn nicht unterdrücken konnte. Aber er lächelte nicht. Stattdessen schien er neben mir zu wachsen, bevor er sprach, bis ich mir klein vorkam. Nur ein unbedeutendes, kleines Menschlein im Visier eines Gottes. Ich hätte es lieber, wenn Sie an meiner Seite bleiben, Signora, sagte er ernst. Sonst könnten die Carabinieri da vorne mich für einen Betrüger halten und Sie auch, weil wir gar nicht zusammengehören. Tun wir auch nicht. Es lag mir schon auf der Zunge, aber ich schluckte die Worte herunter. Unter meiner Hand spürte ich die Sehnen seines Ellenbogens spielen. Mein Daumen lag auf dem Oberarmmuskel, der sich ein wenig regte unter all den Stoffen und Perlen. Der Schneekönig duftete nach Mann. Und nach Champagner und nach. Was war das? Ein exotisches Gewürz, ganz subtil. Ich inhalierte, und sein Mundwinkel zuckte. Kommen Sie, suchen wir, sagte er und zog mich weiter. Es war hoffnungslos. Die Menschenmassen erdrückten sich beinahe gegenseitig. Einmal glaubte ich Sabine lachen zu hören, aber sie war nicht dort, wo das Geräusch herkam. Ich begann zu verzweifeln. Ich wollte doch nur den verdammten Schlüssel haben. Der Schneekönig lotste mich geduldig zwischen schwitzenden und drängenden Leibern hindurch, aber ich verlor immer mehr den Mut und hing irgendwann an seinem Arm wie ein kraftloser Schluck Wasser. Wo kommen die alle her? Meine Stimme bibberte ein bisschen. Ist ihnen kalt? Ich schüttelte den Kopf. Nicht kalt, nur ein wenig mutlos. Ich habe keinen Unterschlupf für die Nacht. Ich hätte nicht damit gerechnet, Sabine zu verlieren. Ich sagte es, obwohl ich wusste, dass es wie eine Einladung klingen musste. Aber es war mir egal. Wo sollte ich denn hin, wenn ich Biene wirklich nicht fand? Und was zur Hölle würde ich ihr erzählen, wenn sich herausstellte, dass sie mit den beiden Kerlen einfach nach Hause gegangen war und mich zurückgelassen hatte? Sie wusste doch, dass ich mich hier nicht auskannte. Das war nicht fair. Die Vorführung des Teatro Stupendissimo auf dem San Marco ist vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Die Bar hier ist der bevorzugte Treffpunkt der Avantgarde. Wussten Sie das nicht? Ich schüttelte trübselig den Kopf. Nein, das wusste ich nicht. Und ich wünschte, Biene hätte mich wenigstens gewarnt. Es erklärte natürlich, warum wir hierher gegangen waren. Biene hatte eine Schwäche für Schauspieler. Großartig. Er schmunzelte auf mich herab. Er war noch hinreißender, als ich es mir ausgemalt hatte, wenn seine schmalen Lippen sich zu einem Lächeln verzogen. Na kommen Sie. Sein Ellenbogen klemmte meine Hand fester ein, und er legte die Finger seiner anderen Hand über meine. Warten wir vor der Tür. Das hier drin hat keinen Zweck. Irgendwann wird Ihre Freundin ja auch mal draußen nach Ihnen suchen, wenn Sie nicht wiederkommen. Ich bezweifelte, dass Biene sich nach dem fünften Glas Prosecco noch daran erinnern würde, dass sie nicht allein auf die Piste gegangen war an diesem Abend. Aber ich war froh, dem Schieben und Drängeln zu entkommen. Der Schneekönig war gar nicht so kühl, wie er zu Anfang schien. Er war nett und roch verdammt gut. Sein Arm, sein Körper war wie ein Wall aus Kraft und Geborgenheit. Die Einladung, die ich zuvor zwischen den Zeilen ausgesprochen hatte, tat mir plötzlich gar nicht mehr so leid. Und wenn er dich mit nach Hause nehmen will? Auf meiner Schulter tauchte das Engelchen des guten Benehmens auf und winkte mit dem erhobenen Zeigefinger. Will er ja nicht, erwiderte ich stumm. Er will draußen auf Biene warten. Er lastet mir nur Gesellschaft. Träum weiter, Hühnchen. Geradezu ehrfürchtig traten die Wachmänner am Durchgang zur Terrasse beiseite, als wir uns näherten. Einer hob das Absperrband, als handle es sich dabei um das Portal zu einem besseren Leben. Kleider machen offenbar doch Leute, dachte ich verkniffen. Der Schneekönig hielt nicht an. Ein paar Jugendliche veranstalteten zwischen verschlossenen Verkaufsständen auf der Promenade ein Skateboardrennen. An allen Ecken standen Liebespaare. Mein hellglitzernder Begleiter zog mich weiter, bis ich die Hacken in den Boden stemmte und ihn anhielt. Also, wenn Sie wollen, dass Sabine noch eine Chance hat, mich zu sehen, dann dürfen wir aber nicht weitergehen. Er sah auf mich herunter. Seine Lippen lächelten. Es sah irgendwie erschreckend aus, dass sich seine Augenpartie dabei nicht bewegte. Mysteriös. Ich ertappte mich dabei, dass ich gar nicht wissen wollte, wie er wirklich aussah. Vielleicht war er hässlich. Wie die Sünde, die er versprach. Dann war ich besser dran, wenn ich es nicht wusste. Was hatte das Engelchen mir ins Ohr geflüstert? Träum weiter, Hühnchen. Ich möchte mit Ihnen reden, sagte er in seinem angenehm weichen, singenden Venezianisch. Und das geht besser, wenn wir alleine sind. Seine Worte trafen mich direkt zwischen den Beinen. Der Effekt, den er auf mich hatte, war beängstigend. Ich spürte den Sekt wieder in meinen Ohren rauschen und begann zu befürchten, dass ich widerstandslos alles mitmachen würde, was er vorschlug. Nackt im Schnee zu tanzen zum Beispiel, weil wenn der Schnee so heiß war wie sein König vor mir, dann wäre es der beste Tanz meines Lebens. Die Sternchen-Dioden auf seinem Umhang leuchteten überall. Um uns herum war es dunkler. Gab es überhaupt Schnee in Venedig? Ich wollte, dass es schneite. Wollte die Flocken tanzen sehen im Dunkel der Nacht und mit ihnen zerschmelzen in den Armen des Schneekönigs. Auch wenn es unvernünftig war, vielleicht sogar dumm. Alles, was weich war in mir und weiblich, sehnte sich nach diesem Tanz. Er führte mich an das Geländer heran. Unter uns platterte der Canale Grande in sachten Wellen gegen die Promenadenmauer und die verfaulenden hölzernen Piers. Daher also hatten die Venezianer ihren Dialekt. Sie klangen wie leise, anschlagende Wellen und wurmstichiges Holz. Romantisch. Er blieb stehen, nahm meine Hand aus seinem Arm und drehte mich zu sich. Ich sah zu ihm auf. Die Augenhöhlen in der silbernen Maske waren schwarz wie die Nacht, unergründlich. Meine Knie wurden weich. Wie heißen Sie? fragte er und legte einen Finger an meine Wange. Der Stoff seines Handschuhs war weich wie geschmolzene Butter und genauso warm. Ich merkte zu spät, dass ich mein Gesicht in die Berührung schmiegte. Das Gröbchen in seiner Wange vertiefte sich. Clara! Meine Stimme war heiser. Clara! wiederholte er andächtig. Und woher kommt dieser entzückende kleine Akzent? Sind Sie Schweizerin? Ich musste lachen. Nein, ich komme aus München. Ah, Monaco. Ein kleines Stück Italien im weißblauen Kleid auf der anderen Seite der Alpen. Ich seufzte. Offenbar sind Sie noch nie dort gewesen, ansonsten würden Sie das nicht sagen. Wieder schmunzelte er. Ich war dort, Chiarina. Oh. Ich verschluckte mich an meinem nächsten Atemzug. Er beugte sich ein wenig zu mir. Alles in Ordnung? Ich nickte heftig. Wie. Wie heißen Sie? Er legte den Kopf schief. Alles, was ich von seinen Augen sehen konnte, war ein Funkeln. Es wirkte verspielt und frech. Nennen Sie mich einfach Kavaliere. Jetzt verschluckte ich mich wirklich. Wie wie Casanova, oder? Er lachte leise und legte seine Hand in meinen Rücken. Das Streicheln war beruhigend. Ich schnappte nach Luft. Kaum, Chiarina. Gegen Casanova bin ich ein blasser kleiner Wicht. Aber es spricht ja nichts gegen ein hohes Vorbild, oder? Seine Hand stockte, als er den Bund meiner Jeans unter dem schwarzen Samtumhang zu erfühlen schien. Wenigstens konnte ich nicht sehen, wie er missbilligend die Stirn runzelte, aber ich war sicher, dass er es tat. Weil ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich mich nicht von Sabine zu mehr Mut beim Einkleiden hatte, überreden lassen. hm mm, machte er und tastete den Hosenbund entlang. Interessante Kleiderwahl. Ich bin ja nur auf Besuch hier, verteidigte ich mich lahm. Sogar der verdammte Umhang war nur geliehen. Er beugte sich vor. Sein Atem streichelte an meinem Ohr entlang und über meinen Hals, wo der Kragen des Umhangs ein wenig Haut freiließ. Ich erschauderte. Ich tanzte bereits. Sein Atem duftete nach torem Champagner und nach edler Schokolade. Reflexartig wölbte sich mein Körper ihm entgegen. Das war ein alter Tanz, so alt wie die Menschheit selbst. Und darunter? raunte er mir ins Ohr, seine Lippen auf meine Haut und mir entfuhr ein Wimmern. Was tragen Sie darunter, Beletzer? Ich hatte mich nie in meinem Leben weniger Beletzer gefühlt, aber das war mir in diesem Augenblick egal. Er klang so ernsthaft, so ehrlich, so... ich war mir nicht sicher. Ich war mir sicher, noch nie einen so erotischen Mann kennengelernt zu haben. Meine Hände schoben sich auf seine Schultern. Unter all dem Stoff spielten die Muskeln. Wahrscheinlich tat er es absichtlich. Wenn ja, funktionierte es perfekt. Seine Lippen strichen von meiner Halsbeuge über meine Kehle mein Kinn hinauf. Ich klammerte mich an ihn und kam ihm entgegen. Der erste Kuss von explodierender Süße. Champagner, Schokolade. Seine Zunge nahm Besitz und ich gab, was ich hatte. Nicht genug. Ich hatte nicht genug. Und wenn er mich jetzt als leicht zu kriegen abstempelte? Ich war nicht leicht zu kriegen. Nie gewesen. Dieser Mann wusste einfach ganz genau, was er tat und noch besser, was er wollte. Seine Lippen verließen meine und ich seufzte über den Verlust. Er schmunzelte an meiner Haut entlang, entlockte mir ein Zittern. In Venezia? flüsterte er und knabberte an meinem Ohr. Da zählt nur die Freude und das Leben und die Liebe, bellezza Weißt du, was das bedeutet? Ich schüttelte den Kopf. Seine linke Hand griff nach dem lächerlichen Zylinder aus Sabinus Fundus und zog ihn mir herunter. Die Finger der anderen gruben sich in meine Haare. Er zog meinen Kopf in den Nacken und küsste mich weiter. Doch, das weißt du, murmelte er an meinen Lippen. Das Leben, die Liebe, die Freude hier zu sein. Musik und Tanz. Kennst du den schönsten Tanz von allen? Mein Unterbewusstsein klammerte sich an den Gedanken, dass das alles einstudierte Sätze waren, mit denen er jede Nacht eine andere verführte. Aber mein Körper war einfach zu überwältigt von dem Wissen, dass an diesem Abend ich die Verführte war. Und dann war da noch mein gesunder Menschenverstand, der keine Lust hatte, unter der Rialto-Brücke zu schlafen. Mein Bauch zuckte unter dem unerwarteten und unfreiwilligen Kichern. Mein schöner Kavaliere hob den Kopf, die Lippen ernst. »Was?« fragte er und klang verletzt. »Ich legte einen Finger an seinen Mund.« »Nichts, nichts, gar nichts. Mach weiter.« Das Grübchen vertiefte sich wieder. »Zauberhaft«, sagte er und tat, um was ich ihn gebeten hatte. Als er den Kuss diesmal unterbrach, verschatteten Gewitterwolken das Lächeln in seiner Miene. »Oh nein, Beletzer, das ist kein Tanz.« Sacht schüttelte er den Kopf, fast ein wenig liebevoll, und dennoch hatte ich mich noch nie in meinem Leben derartig gedemütigt gefühlt. Ich senkte den Kopf. Nebeltropfen auf grobem Kopfsteinpflaster funkelten im Licht der Sterne seines Kostüms. Plötzlich war mir kalt. Ich schlang die Arme um meine Mitte, um wenigstens ein bisschen von der Hitze unseres Kusses festzuhalten, und wandte mich zum Gehen. Dann halt nicht. Venedig bei Nacht war auch ohne Schneekönig eine Show, versuchte ich mir einzureden. Ein Spaziergang würde mich warm halten, und ich würde wenigstens nicht erfrieren, bis Sabine nach Hause kam. Ein sanfter Finger unter meinem Kinn hielt mich auf. Weich, zart wie ein Windhauch, und dennoch bestimmt. Schau mich an, Clara. Ein Tanz beginnt nicht mit dem Körper und auch nicht im Kopf. Ein Tanz beginnt im Herzen. Deine Lippen sind süß und köstlich und willig, aber dein Herz, singt ein trauriges Lied, zu dem man nicht tanzen kann. Sag mir, was es ist. Was bildete der sich eigentlich ein, dass er dachte, mir schon nach einer kurzen Karnevalsknutscherei in den Kopf sehen zu können. Oder, wie er es ausgedrückt hatte, in mein Herz. Aber da war noch etwas. Neben der Empörung begann ein anderes Gefühl hinter meiner Brust zu wachsen. Ein warmes Glimmen, das die Kälte der Scham über seine Zurückweisung zum Schmelzen brachte. Verwirrt blinzelte ich ihn an und der Zeigefinger, den er unter mein Kinn gelegt hatte, begann, meinen Kieferknochen emporzustreichen. Ah, schon besser. Aber immer noch nicht gut. So viel Trauer in diesen wunderschönen Augen. Ist es wegen deiner Freundin? Hast du Angst, dass sie sich sorgt? Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, die ihre plötzliche Freiheit damit zelebrierten, sich in der Feuchtigkeit zu kringeln und in allen möglichen Richtungen von meinem Kopf abzustehen. Das auch, glaube ich. Aber es war einfach kein guter Tag. Danke. Kavaliere. Der Nichtname klebte an meinen Lippen, wollte nicht darüber fließen. Deshalb bemühte ich mich darum, ihn wie ein Necken klingen zu lassen. Dass du das hier. Ich wedelte mit meiner Hand zwischen uns hin und her. versucht hast. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber ich denke, es ist einfach nicht der richtige Abend für uns beide. Nun, das war nicht ganz die Wahrheit. Ein bisschen Ablenkung in Form von purem Testosteron und reinblütiger Sinnlichkeit hätte mir schon gut getan, aber mein Bedarf an Demütigungen war für den heutigen Tag gedeckt und Demütigung lag einfach in der Luft, wenn man sich mit einem Fremden für bedeutungslosen Sex einließ. Erfahrungswerte. Meine Hand tastete nach Bines Zylinder, den er immer noch in der rechten hielt, aber er entzog ihn meinem Griff. Darf ich dich bringen? Wieder beugte er sich zu mir, doch statt mich zu küssen, Brachte er diesmal seine Lippen an mein Ohr? Das Material seiner Maske, weicher Stoff über Plastik, fühlte sich kalt an an meiner Schläfe. Venedig ist voll mit Kreaturen der Nacht. Viele von ihnen sind gefährlich. Dann, nachdem er sich aufgerichtet hatte, etwas lauter: Ich wäre untröstlich, wenn dir etwas geschieht, weil du vor meinen Fragen davonläufst. Wer sagt denn, dass ich vor deinen Fragen davonlaufe? Außerdem würdest du es ja nie erfahren gab ich zu bedenken und war ziemlich stolz dabei auf meine Schlagfertigkeit. Doch meine Worte entlockten ihm kein Lächeln. Nicht einmal ein Hauch Belustigung rührte an dem Marmor seiner Lippen. In seiner Stimme schwang Ernst mit, als er wieder zu sprechen begann, und sogar ein Hauch Verärgerung. Es geschieht nicht viel in dieser Stadt, von dem ich nichts erfahre. Ich wollte dir eine Wahl lassen. Jetzt entscheide ich. Mit etwas zu viel Nachdruck so dass der harte Rand des Zylinders unangenehm auf meine Stirn krachte, setzte er mir den Hut wieder auf den Kopf und schob eine Hand auf meinen unteren Rücken. Nicht mehr ganz so sanfter Druck dirigierte mich die Straße herunter. In welchem Hotel wohnst du? Ich wusste, dass ich mich wehren sollte. Die emanzipierte, intelligente Abteilungsleiterin in mir war auch wirklich empört über die Art und Weise, wie er mich bevormundete. Die Frau aber, die heute einen beschissenen Tag gehabt hatte, die Vergessen gesucht hatte in seinen Küssen und deren Sinne benebelt waren von dem Sekt und berauscht von seiner Nähe, genoss die Aufmerksamkeit. Es fühlte sich gut an, wie er mich führte, wie er mir Entscheidungen abnahm. Ich fühlte mich geborgen und sicher, obwohl ich ihn nicht einmal kannte. Ich wohne bei Sabine in Santa Croce, aber du musst mich wirklich nicht bringen. Ich habe ja nicht mal einen Schlüssel dabei. Tss. Scharf sog er die Luft zwischen den Zähnen ein. Das war nicht klug, Beletzer. Wir waren auf einer der vielen Brücken angekommen, die die kleineren Kanäle überspannten und stiegen hinüber auf die nächste von Venedigs 118 Inseln. Das Rauschen der Musik und das Wummern der Bässe aus den unzähligen Lokalen rund um den Canale Grande und den Markusplatz war nahezu gänzlich verklungen. Nur noch eine ferne Erinnerung die in meinen Ohren rauschte und von einer Nacht erzählte, die hätte sein können. Hier gab es romantische kleine Hotels und Pensionen, deren Terrassen im Winterschlaf lagen. Ich blieb stehen und sah auf das Wasser unter uns. Ich fand einen kleinen Kiesel und hob ihn auf. Mit einem leisen Plock fiel er ins Wasser. Kleine Wellen brachen sich, weiteten sich aus, verloren sich in der Unendlichkeit, vielleicht erst im Meer. Warum feiert man eigentlich Karneval in Venedig? fragte ich aus einer Laune heraus, aus der plötzlichen Melancholie, die mich ergriffen hatte. Willst du die offizielle Version, Beletzer, oder die wahre? Gibt es da einen Unterschied? »Massi!« Er drehte sich halb zu mir. Der Blick aus seinen Augen war durchdringendes Schwarz in einem Meer aus Weiß, aber der sinnliche Schwung seiner weißgeschminkten Lippen trat jetzt deutlicher hervor. Die Römer feierten um diese Zeit des Jahres die Saturnalien. Für eine Weile waren die Standesunterschiede aufgehoben. Sklaven und Herren, Diener und Freier. Während der Saturnalien waren sie alle gleich. Später feierte man mit dem Karneval den Sieg Venedigs über Aquileia, bis Napoleon das verbot. Heute feiern die Venezianer sich am liebsten selbst. Und das Geld, das die Touristen besonders in dieser Jahreszeit in unserer Stadt tragen. Und war das nun die offizielle oder die wahre Version? ging ich auf den verschwörerischen Unterton in seinem letzten Satz ein. Unter uns glitt eine Gondel lautlos durchs Wasser. Auf der mit Samt gepolsterten Bank saß ein Paar, verschlungen in inniger Umarmung. Der Gondoliere sang nicht, ansonsten wäre das Klischeebild perfekt gewesen. Dennoch war das kleine Boot mit seinen Insassen eine Show. Hitze stieg mir in die Wangen, während ich auf das Paar hinabsah. Selbst in der Dunkelheit und trotz der Distanz von der Brücke sah ich die Leidenschaft des Kusses, die Hingabe, die die Frau ihrem Partner schenkte, der sie besitzergreifend in den Haaren gepackt hatte, um sie dazu zu bewegen, ihre Lippen für seinen Mund zu öffnen. Das sah, war natürlich die offizielle Version. Unbemerkt war er ganz nah getreten und stand halb hinter mir. So nah, dass sein Duft mich streifte, die mittlerweile bekannte Note nach Champagner und teuren Gewürzen. So nah, dass ich die Wärme seines Körpers spüren konnte. Was ist dann die Ware? Meine Stimme klang atemlos. Ein Flehen zwischen den Silben, das um etwas bat, was die Worte nicht erfragten. Die Masken sind der wahre Grund, Clara. Wer bin ich? Wer ist der Mann, den du geküsst hast? Bin ich der Mann aus deinen gewagtesten Träumen oder der dir die Kummer bereitet? Bin ich dein Herr oder dein Sklave? Du weißt es nicht. Ich kann alles sein. Für diese Nacht kann ich alles sein, was du dir wünschst. Jede Fantasie kann Wirklichkeit werden und bleibt doch ein Traum, weil sie nicht mehr ist als ein Maskenspiel. Das ist, weshalb Venedig Karneval feiert. Um für ein paar Tage eine Fantasiewelt zu sein und ein jeder, der unglücklich ist, hat die Möglichkeit, für diesen Augenblick aus seinem Leben zu fliehen. Bilder tanzen vor meinen Augen, von nackten Körpern und grenzenloser Lust. Der Kavaliere brachte seinen Mund an mein Ohr. Sein Atem streifte meine Wange. Gehör mir für diese Nacht, Schokoladiner, flüsterte er. Ein leises Stöhnen kroch meine Kehle empor, ließ meine Lippen beben. Nur die Ahnung eines Geräusches. Mein Kopf war leicht, so leicht und ohne Gedanken. Nur fühlen und genießen. Der Gondoliere, den mein Kavalier zum Pier heranwinkte, war ein junger, eifrig aussehender Mann in der typischen Tracht. Gestreifter Pullover, dunkle Hosen mit roter Schärpe, Strohhut mit rotem Band. Er winkte zurück und steuerte die wackelig aussehende Gondola zu uns herüber, als sei das nichts. Trotz der Kühle der Nacht war die schwielige Hand, die er mir reichte, warm. Er half mir ins Boot. Der Kavaliere brauchte keine Hilfe. Daran erkannte man offensichtlich den waschechten Venezianer. Die waren auf Wasser und Wellen zu Hause. Ich seufzte, ließ mich zur Bank führen und setzte mich hin. Er nahm hinter mir Platz. Warum das Boot? fragte ich und lehnte mich mit dem Rücken gegen seine Vorderseite. Übertrieben, vorsichtig drückte der Bootsführer uns vom Ufer ab, bis die sanfte Strömung uns aufnahm und den Kanal hinunterzutragen begann. Wir könnten auch zu Fuß gehen. Seine Stimme an meinem Ohr war brüchig. Aber zu meinem Apartment kommen wir nur von der Wasserseite her, und du würdest nasse Füße bekommen. Deswegen die Gondola. Gondola, Beletzer, nicht Boot. Ich erschauderte, als seine Zungenspitze den Rand meines Ohrläppchens entlangstrich, als gehörte sie dorthin. Der Gondoliere, der nur noch ein bisschen steuern musste und dem offenbar langweilig war, grinste anzüglich. Sein Grinsen hätte mir peinlich sein sollen, wahrscheinlich. Stattdessen machte es mich kopflos. Ich fühlte mich mächtig und bereit. In den Filmen singen Sie, bemerkte ich in dem kläglichen Versuch, ein wenig von der Anspannung loszuwerden, die mit jeder Sekunde stärker mein Innerstes durchfloss. »Wenn du willst, wird er auch singen«, erwiderte der Kavaliere. Er schob seine Hände über meine Brüste, er tastete, er fühlte und machte sich nicht das Geringste daraus, dass der Knabe mit dem Ruder ganz rote Ohren bekam, aber nicht wegsehen konnte oder wollte oder beides. Mein Puls beschleunigte, rauschte in meinen Ohren. Flatterte an meinem Hals. Auch der Gondoliere hatte dunkle Augen und sie verdunkelten sich noch mehr, als er mit ihnen den Weg der Hand des Kavaliere verfolgte. Ein einziger Tropfen Schweiß rann seine Schläfe hinab, trotz der niedrigen Temperaturen. Unwillkürlich fuhr ich mir mit der Zunge über die Lippen. Wieder leckte mein Begleiter mir über das Ohr. Ich sehe Interesse, Schokoladiner. Er lachte leise. Gehört das zu deinen Fantasien? Möchtest du, dass ich dabei zusehe, wenn seine rauen Hände dich anfassen? Möchtest du, dass wir dich zu zweit verwöhnen? Die Hände eines Gondoliere sind etwas ganz Besonderes. Sie halten dieses Ruder den ganzen Tag, jeden Tag, das ganze Jahr. Keine Salbe der Welt kann diese Hände wieder weich machen. Und doch habe ich mir sagen lassen, dass sie fähig sind zu ungekannter Zärtlichkeit. Willst du das ausprobieren? Ja. Der Gedanke war so schnell da, dass ich mich vor mir selbst erschreckte. Ich wollte das nicht. Ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil. Ich war froh um die Dunkelheit, die auf dem engen Kanal zwischen fensterlosen Hausrückenseiten herrschte, und schüttelte heftig den Kopf, als mir die Röte in die Wangen schoss. Aber sein Gesicht war so nah bei meinem, nur die Augen waren hinter der Maske verborgen. Er musste die Hitze fühlen, die meine Haut zum Glühen brachte, und sein Schmunzeln war eindeutig. Er machte ein anerkennendes Geräusch. Oh, dein Kopf sagt Nein, Beletza, aber dein Körper schreit Ja. Du willst das. Vielleicht nicht mit diesem Gondoliere, weil er ja noch ein halbes Kind ist. Er murmelte es leise genug, damit der Junge ihn nicht hören und beleidigt sein könnte. Du willst einen Mann mit Erfahrung, Clara, der dir Dinge zeigen kann. Und der Gedanke daran, dass es zweifache, vielleicht sogar dreifache Erfahrung ist, macht dich an. Verdammt! Hatte ich mir zu viel zugemutet? Dieser Mann schaute noch im Dunkeln und ohne dass ich ihn ansah, mitten durch mich hindurch. Es war, als stünde dieser verrückte Traum von vergangener Nacht auf meinen Nacken tätowiert, offen für ihn lesbar. Für einen Augenblick stieg Panik in mir auf, denn einen Traum zu träumen und ihn zu leben, das waren zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber dann verlangsamte der junge Mann die Fahrt der Gondola. Mein Herz machte einen Satz. Nicht Panik, nicht Angst, nicht Erregung. Pure Begeisterung. Ein Hauseingang, der im Wasser lag, ein auf halbe Höhe gezogenes Fallgitter, unter dem die Gondel hindurchglitt. Unter Wasserlampen beleuchteten eine kurze, steinerne Treppe, die im grünlichen Wasser ihren Anfang nahm. Noch nie in meinem Leben hatte ich so etwas gesehen. Das konnte es nur in Venedig geben. Der Gondoliere lenkte an einen schmalen hölzernen Steg, der neben der Treppe in die Mauer hineingebaut war. Mein Schneekönig half mir aus dem schaukelnden Boot hinauf in den Korridor des Hauses. Dicke Schichten von grobem, steingrauem Putz, der an vielen Stellen abbröckelte und den Blick auf uralte Ziegelmauern freigab. Wandleuchter flackerten wie echte Fackeln, das Licht unstet und geradezu gespenstisch. Einen Teppich gab es nicht. Die abgeschliffenen roten Ziegel, die als Fußboden dienten, waren sicher ewig feucht. Eine schmale, steinerne Treppe mit einem mittelalterlich anmutenden schwarzen Geländer führte an der rechten Seite nach oben. Auch hier herrschte wenig Licht. Zwischen dicken Mauern wendelte sich die Treppe nach oben wie in einem Turm. Es war aufregend, geheimnisvoll, begeisternd. Wirklich und wahrhaftig der Aufgang in ein Traumschloss. Mit jedem Schritt ließ ich ein wenig meiner Vorbehalte zurück, ein wenig meiner Angst. Und hinter mir, so nah, dass ich seinen Atem hören konnte, der Kavaliere, der mich hierher gebracht hatte, in sein Apartment. Mein Herz stolperte. Die Treppe öffnete sich in eine prächtige Halle im Barockstil, die Wände mit schwarzen Stoffen verhängt. Der gläserne Rezeptionstresen lag verlassen, nur ein paar Lampen hoben ihn aus dem Dunkel hervor. »Kein Concierge nach 8 Uhr abends«, erläuterte mein Begleiter und zwinkerte mir zu. Privatsphäre ist etwas sehr Kostbares in Venedig. Und hier bricht niemand ein? Ungläubig sah ich zu ihm auf. Er lachte und hob die Hand. Ein kleines, schwarzes Kästchen, gerade mal so lang und breit wie zwei aneinanderliegende Finger, mit einer winzigen roten Diode und zwei Knöpfen. Er drückte einen davon. Tief unter uns erklang ein ruhiges Grollen. Der Eingang. Das Fallgitter. Clever. Er schob die Fernbedienung wieder in seine Manteltasche, sah auf mich hinunter, fuhr sich mit der Zunge dunkel gegen sein weiß geschminktes Gesicht, das in der Finsternis bleich und tot wirkte, über die schmalen Lippen. Plötzlich war seine Hand in meinem Nacken und mit eisernem Griff zog er mich zu sich heran. So nah dass sein Atem über meine Lippen strich. Deine Fantasien, Schokoladiner, flüsterte er. Sag sie mir, ich erfülle sie dir alle. Ich blinzelte überrumpelt und schnappte nach Luft. Wie konnte er erwarten, dass ich sie aussprach? Noch nicht einmal vor mir selbst konnte ich zugeben, welche Sehnsüchte es waren, die manchmal, nachts, wenn es sich meiner Kontrolle entzog, in meinem Inneren wuchsen und gediehen. Sein Mundwinkel verzog sich zu einem zynischen Grinsen. Deine Zeit ist um. Keine Fantasien, Piccola. Dann erfüllst du eben meine. Umso besser. Komm. Er packte meine Hand und zog mich zu der stoffbezogenen Treppe, die neben der Rezeption ins Obergeschoss führte. Sein Apartment war anders. Maskulin. Schnörkellos. Shaggy Teppiche in dunklem Beige, die Wände teils cremefarben, teils stahlgrau gestrichen. Dunkle Holzfußböden. Die Zimmerdecke wurde betont von freiliegenden Holzbalken, die ich hier im Leben nicht erwartet hätte. Sämtliche Möbel waren hochmodern gestaltet, schwarz oder braun, mit dem gelegentlichen dramatischen feuerroten Farbtupfer. Ich hatte keine Zeit, mir alles genauer anzusehen. Er schob mich durch das Wohnzimmer, dessen Erscheinungsbild ein riesiger, in der Wand verankerter Fernseher dominierte, bis in das Schlafzimmer. Mein Atem stockte. Kein Bettgestell. Nur ein mit braunem Samt bezogenes 10 cm dickes Brett, auf dem die Matratze in Übergröße lag. Il Cavaliere verlor keine Zeit. Er ging hinunter auf ein Knie, öffnete eine Glasscheibe in der Wand und entzündete echte Holzscheite im Kamin. Mein Schneekönig, ein Romantiker? Er kam wieder auf die Beine. Ich sah zu ihm auf, als er auf mich zutrat. Das Feuer, das langsam zum Leben erwachte, spendete jetzt schon mehr Licht als die rotstichigen in schmalen Alkoven in die Wand eingelassenen Lämpchen. Er sah auf mich herunter, und ich begann es zu hassen, dass ich seine Augen nicht sehen konnte. Il re delle nevi, flüsterte ich und das grübchen neben seinem mundwinkel vertiefte sich du wirst hier drin schmelzen kavaliere du auch ich liebe heiße schokolade erwiderte er und zog mir den zylinder vom kopf ehe er die schleife löste die meinen umhang am hals zusammenhielt er strich sich mit der Zunge über die Lippen, als er den Umhang auseinanderschob und der Samt schließlich mit einem leisen Rauschen an meinem Körper hinunterfiel, bis er schließlich meine Füße und Knöchel in einen See aus schwarzem Samt hüllte. Er lächelte, als er meine Jeans und das T-Shirt bemerkte. Er hakte seine Finger in die Gürtelschlaufen der Jeans und zog mich zu sich heran. Nimm mir den Mantel ab, Sklavin, und den Kopfschmuck. Jetzt. Sklavin. Es war kein schönes Wort, keines, das mir gefiel, aber über seine Lippen rollte es mit so viel Verheißung, dass es mir eine Gänsehaut bescherte, ein Erdbeben, das ich nicht unterdrücken konnte. Er beobachtete mich sehr genau, als er diese Worte zu mir sagte, und sein Lächeln wandelte sich von gelöst und entspannt zu wahnsinnig sexy und heiß. Ah, sagte er, nahm die Finger aus den Gürtelschlaufen und schob seine Hände bis zu den Knöcheln unter den Bund meiner Jeans. Mein Atem blieb mir in der Kehle stecken. Das gefällt dir. Was für ein Glück wir haben, dass eine deiner Fantasien auch meine ist. Er beugte sich näher, brachte seinen Mund an mein Ohr und wiederholte leise und mit einem kaum merklichen, drohenden Unterton: Sklavin, entkleide deinen Herrn. Ich erschauerte, und als ich nach der Spange seines vollkommen übertriebenen Mantels fasste, zitterten meine Finger. Ich bekam die Spange kaum auf. Er machte nicht den Eindruck, als ob er mir helfen würde. Diese Spange war nur der Anfang. Knöpfe, Schlaufen, ein versteckter Reißverschluss. Der Schneekönig schob einen seiner Handschuhe nach unten und blickte gelangweilt auf seine Armbanduhr. Wenn du so weitermachst, Schokolatina, geht die Sonne auf, ehe wir fertig sind. Er lachte leise und die Spannung in mir löste sich, und es ging ganz leicht. Ich zog ihm den Mantel von den Schultern und darunter kamen abgetragene, zerschlissene Blue Jeans und ein weißes T-Shirt zum Vorschein. Am liebsten wollte ich ihn treten für die Scham, die er mir wegen meiner Kleiderwahl in den Kopf gepflanzt hatte. Noch ehe ich mir darüber klar wurde, ob das eine gute Idee wäre oder nicht, hob er warnend einen Zeigefinger. Das Äußere, Giocolatina, kann täuschen. Urteile nicht danach, wie ein Mensch aussieht und auch nicht danach, wie er sich gibt. Lerne ihn kennen und bilde dir deine Meinung nicht, ehe du weißt, mit wem du es zu tun hast. Er nahm den Finger von meinem Kinn, und ich fühlte mich gescholten und zurecht gewesen. Weiter. Ein Wort wie ein Tritt in den Bauch. Er hielt seine Hände vor mich, die Finger zu mir hin ausgestreckt. Ich griff danach, um ihm die Handschuhe abzuziehen, aber er schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge. Mit deinen Lippen, Piccola. Oder gar nicht. Bist du schon einmal mit Seidenhandschuhen angefasst worden? Die Frage rührte etwas in mir auf, und für einen Atemzug war ich versucht, die Handschuhe an seinen Fingern zu lassen. Aber dann ging ich doch tatsächlich vor ihm auf die Knie und zog mit Lippen und Zähnen den hauchzarten weißen Seidenstoff von seinen Händen. Womöglich versuchte ich etwas gut zu machen auf diese Weise, aber die Augen hinter der Maske blieben schwarz, unbewegt, und selbst der himmelschreiende Kopfputz, der ihn im Augenblick einfach nur komisch aussehen ließ, konnte die Intensität nicht abmildern, mit der er auf mich heruntersah. Ich beeilte mich, auf die Füße zu kommen und verbrachte die nächsten Minuten damit, diesen Turban der ganz besonderen Art abzunehmen, ohne dass etwas kaputt ging. Dann griff ich nach der Maske. Er schüttelte den Kopf und trat zurück. Nein, Piccola. Fantasia, ne? No? Ich bin der, den du heute am meisten begehrst. Deshalb wirst du mir alles geben. Du willst mir gehören. Du willst mich betören und mir alle meine Fantasien erfüllen. Du willst mir dienen. Das letzte Wort nicht mehr als ein Flüstern, sein Blick hingegen ein Befehl. Ernst, durchdringend und so sexy, dass es in meinen Ohren zu singen begann. Das ist deine Fantasie. Wir sind in Venedig, der Stadt der Masken und der Liebe und der Fantasie. Die Maske bleibt. Der Fußboden unter mir gab ein paar Zentimeter nach. Ich wollte ihn sehen. Wollte in sein Gesicht schauen können, wenn ich all das tat, von dem er redete. Es war enttäuschend und aufregend zugleich. Er bat nicht, er fragte nicht. Und er hatte recht. Ich wollte das, wollte es mehr als alles andere in diesem Moment. Er trat einen weiteren Schritt zurück, bis er mit der Dunkelheit neben dem Kamin, wo ihn das Licht der Flamme nicht mehr traf, verschmolz. Ich wusste, dass er da war. Ein heller Schatten. Zieh dich aus sagte er. Ich zögerte. Ich sollte mich ausziehen. Es fühlte sich an wie auf dem Präsentierteller, wie ich hier stand, ausgeleuchtet von tausend Wattscheinwerfern, nicht von romantischen Wandleuchtern und einem heißen Kaminfeuer. Jetzt, Chocolatina. Seine Stimme nahm eine harte, fordernde Nuance an, eine Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an die Wand. Mit zitternden Fingern zog ich mir das Shirt über den Kopf und nach kurzem Zögern streifte ich mir die Jeans von den Hüften. Es war schwer, die Balance zu halten, weil sich mein linker Fuß in dem Samtsee verhedderte. Jetzt bloß nicht auf dieses überbreite Bett fallen, das würde die vollkommen falschen Signale aussenden. Oder die richtigen. Meine Verwirrung stieg. Meine Erregung auch. Ich fand wieder sicheren Stand und richtete mich auf. Wie von Geisterhand bewegt, stand er plötzlich ganz dicht vor mir. Ich schrie leise auf, ich hatte ihn nicht kommen sehen, und mein Herz setzte kurz aus. Seine Finger schoben sich auf meine Hüften, und dann fiel mir auf, dass sein Atem so schwer ging, dass er beinahe stöhnte. Biancaria Vera. Seine Stimme war gefärbt von Ehrfurcht. Seine Fingerspitzen strichen über den Rand meines Höschens und dann über meinen Bauch, der unter der Berührung zuckte, zu meinem Büstenhalter strichen über die zarte Spitze. Ich wusste, dass das italienische Wort für die Su Weißzeug war, ganz gleich, wie schwarz oder rot oder blau die Sachen waren. Meine waren cremeweiß. Für einen Moment erwartete ich, dass der Mann, der vor mir stand, in Anbietung auf die Knie fallen würde und fühlte mich auf einmal so begehrt wie nie zuvor. Auf meiner dunklen Haut wirkte die Spitze in der hellen Farbe wie aufgemalt von einem Künstler, der etwas davon verstand. Er hatte sich wieder unter Kontrolle, ließ seine Hände sinken und verlangte weiter. Ich soll alles? Ich krächzte. Strippen für einen Lover, das war neu. Und diesem Mann entging nichts. Aspetto ti, betonte er. Ich suchte vergeblich nach dem Grübchen neben seinem Mundwinkel, das zeigte, dass er in Wirklichkeit amüsiert war. Er war nicht amüsiert. Er wollte das. Ich streifte meine Unterwäsche ab. Aber er reagierte nicht. Mein Herz raste, und ich wusste nicht, wohin. Wohin mit deinen Händen? fragte er, und dann war das Grübchen da. Du bist eine abenteuerliche Liebhaberin, Piccola. Oder eine schüchterne? Mir blieb der Mund offen stehen beim nächsten Atemzug, und ich wusste nichts zu antworten. Er kam zu mir, sehr langsam, betonte jeden Schritt. Dann waren seine Hände da, auf meinen Hüften, streiften meinen Bauch. Er griff um mich herum und hob mich auf die Matratze, die unter meinen Füßen einsank, sodass ich an seinen Schultern Halt suchen musste. Wir werden das herausfinden. Er flüsterte es zwischen meine Brüste und ich keuchte auf. Versteckst du dich unter meiner Decke, wenn ich mit dir schlafe, Chocolatina Mia? Oder hast du den Mut, dich auf mein Kopfkissen zu knien? Es würde mir sehr gefallen, zu sehen, wie du deine Hände auf das Kopfbrett legst und mir deine köstliche Kehrseite präsentierst. Um ihm die Gelegenheit zu geben, was zu tun? In meiner Brust schlug kein Herz mehr, da trieb ein Rennpferd sein Unwesen. Es wurde ihm gefallen. Warum machte mich das so an, zu hören, was er von mir wollte, seine Sklavin zu sein, zu gehorchen? Eine seiner Hände ließ los und landete mit einem scharfen, kleinen Schmerz auf meinem Hintern. Knie dich auf das Kissen, Clara, wenn du Mut hast. Hatte Clara Mut? Ich ließ mich langsam vor ihm auf die Knie sinken. Sein Blick folgte mir und ich stellte mir vor, wie viele Möglichkeiten ihm jetzt durch den Kopf gingen. Möglichkeiten, was er alles mit mir tun könnte, wenn ich zu seinen Füßen kniete. Er löste seinen Gürtel, ohne den Blick von meinem Gesicht zu nehmen. Überlaut klang das leise Klirren der Schließe in meinen Ohren. Nach Halt suchend, strichen meine Hände an seinen Oberschenkeln hinauf. Der Stoff der Jeans war ganz weich vom vielen Tragen, und meine Finger verfingen sich in den Rissen, die sich quer über seine Schenkel zogen, fanden bloße, heiße Haut darunter. Sein Atem blieb stehen, nur einen Augenblick lang. Ich fasste Mut, das bisschen Mut, das ich noch brauchte, um zu tun, was er sagte. Ich drehte ihm den Hintern zu und krabbelte hinauf zum samtbezogenen Kopfbrett. Wenn ich die Oberkante mit beiden Händen umfasste, Kniete ich nicht ganz aufgerichtet auf dem Kopfkissen. Mein Rücken und Hintern waren ausgestreckt. Luft, kühl im Vergleich zu meiner erhitzten Haut, trotz des Kaminfeuers, streifte mein Geschlecht und Himmel, das fühlte sich einfach nur verboten gut an. Hinter mir ein Grollen und meine Nippel waren plötzlich hart. Zwischen meinen Schenkeln fühlte ich Feuchtigkeit. Ich hörte, wie er seine Jeans herunterzog und von sich schleuderte, dass die Nieten und Verschlüsse aneinander klingelten. Ich fuhr mir mit der Zunge über die Unterlippe, als ich mir vorstellte, was er sah. Eine dunkelhäutige Liebesgöttin auf seinen cremefarbenen Laken. Die Matratze senkte sich, nur den Bruchteil einer Sekunde, bevor seine Hände nach meinen Knien fassten und sie auseinanderzogen. Ich quiekte auf und zappelte. Eine Hand landete auf meinem Hintern, dann noch einmal. Ein frustriertes Brummen. Das macht keinen Spaß, kommentierte er. Auf deiner Haut hinterlässt meine Hand nicht mal den Hauch eines Abdrucks. Wie langweilig. Ich konnte nicht behaupten, dass ich darüber traurig war. Andererseits vielleicht auch ein bisschen. Schon wieder ein Gedanke, der mich erschreckte. Nach dem dritten Klaps ließ er seine Hand liegen, massierte, erst leicht, dann fester. Ich keuchte, rieb meinen Hintern an seiner Hand, schamlos. Und sogar nicht ich. Seine Finger tasteten zwischen meine Schenkel. Zielstrebig fand er meine Scham. Ein anerkennendes Knurren. Es gefällt dir zu tun, was ich sage, ne? Du bist nicht feucht, du bist nass. Ich ließ meine Stirn gegen meine Hände fallen, die das Kopfbrett umkrallten. Es war demütigend und falsch. Aber er hatte recht. Als er sich über mich schob, merkte ich, dass er nicht nur die Jeans, sondern auch sein T-Shirt ausgezogen hatte. Seine warme Haut, die Muskeln seiner Brust fühlten sich himmlisch an, und ich warf den Kopf in den Nacken, wölbte mich ihm entgegen. Ich wollte ihn, wollte ihn jetzt. Er legte eine Hand in meinen Nacken, die Finger der anderen streichelten hart zwischen meinen Beinen, verteilten Feuchtigkeit, bereiteten mich vor auf das, was kommen würde, »Wonach ich mich so sehnte, denn Winterkönig wird dich von hinten vögeln, Chocolatina«, stöhnte er mir ins Ohr mit diesem unwiderstehlichen Dialekt, der klang wie das Rollen der Wellen der Lagune gegen uralte Mauern. »Und das ist nur der Anfang, denn Winterkönig wird dich wieder und wieder nehmen und du wirst dich ihm wieder und wieder unterwerfen. Du wirst ihm gehören eine ganze Nacht lang und er wird dich vögeln, wie du noch nie gevögelt worden bist.« eine Nacht lang wirst du seine Lieblingssklavin sein, die einzige, die schönste von allen. Zwei Finger drangen in mich ein, entlockten mir einen Schrei, drangen tiefer. Halt still, befahl er, als meine Hüften sich wandten unter seinem Griff. Du tust, was ich sage, nur das. Du gehorchst mir, so funktioniert das. Du bist eine gehorsame Sklavin, ich bin dein Herr, dein Meister. Du tust alles für mich, verstanden, Piccola? Ich wimmerte und nickte heftig. Viel zu verloren war ich schon, um der Selbstsicherheit in seiner Stimme noch etwas entgegensetzen zu können. Seine Finger krallten sich fester in meinen Nacken, die andere Hand fickte mich und trieb mich gnadenlos hoch. Du wirst nicht kommen, ehe ich es dir befehle verstanden. Ich verstand. Aber wie? Wie sollte ich ihm gehorchen, wenn er so mit mir sprach? Etwas in mir zerfloß. Meine Schenkel bebten und er hörte nicht auf. Ich werde dich bis zur Erschöpfung vögeln, Clara. Bis zu meiner Erschöpfung. Die Art, wie er es betonte, zitterte wie ein Stromschlag durch mein vollkommen überreiztes Nervensystem. Sein Daumen strich über meine Klitt. Ich war so nah, so verdammt nah. Ich stöhnte lauter, rieb mich an der Hand zwischen meinen Beinen. Ich wollte, ich, ich musste jetzt... Oh, oh Gott! Er nahm die Hand nicht weg, stieß die Finger heftiger in mich, brachte seinen Mund an mein Ohr und flüsterte so leise, dass ich ihn kaum hörte, weil mein eigener Atem so laut war. »Wenn du kommst, bevor ich es sage, Tesoro mio, dann werde ich...« Er brachte den Satz nicht zu Ende. Er zog seine Finger aus mir, meine Pussy brüllte unter der plötzlichen Leere und dann verteilte er meine Feuchtigkeit auf meinem Hintereingang. Oh Gott, meine Knie gaben nach, ich fiel nach vorn, schockiert. Ich wimmerte und ergab mich, drängte den Schmerz zurück von dem verhinderten Höhepunkt. Die Finger an meinem Nacken ließen nach, dann streichelte er mich, meinen Kopf, meine Schultern, hauchte Küsse auf meinen Nacken. Genau so, Pigola, genau so will ich dich haben, ergeben und hilflos. Er positionierte sich hinter mir, brachte die Spitze seines Schwanzes an meinen Eingang, den richtigen, wie ich erleichtert feststellte, und ich hörte sein Schmunzeln, als er meine Erleichterung registrierte. Er brummte genießerisch, als er in mich eindrang. Zu viel. Die Attacke seiner Finger hatte mich nicht geweitet, sondern enger gemacht, geschwollener, sensibler. Ich schrie laut auf und riss fast das Kopfbrett aus der Wand. Lass das Mobiliar heils, Sklavin, rügte er mich amüsiert und drang weiter vor, meine Schreie ignorierend, sich nehmend, was er wollte. Seine Hände auf meinem Rücken. Streichelnd. Dann seine Zunge, als er sich über mich beugte, als er sich zurückzog, wieder eindrang. Oh Gott, keuchte ich. Winterkönig reicht auch, sagte er und lachte. Oder Kavaliere. Wir hatten uns auf Kavaliere geeinigt, nicht wahr? Zufrieden brummend leckte er über meine Wirbelsäule. Du fühlst dich heiß an, Schokoladiner. Das ist so verdammt gut. Er bewegte sich. Langsam zuerst. Seine Hände gruben sich in meine Locken und zogen meinen Kopf in den Nacken. Gut, Baby. Ich konnte nur nicken. Die Fähigkeit zu sprechen war mir abhanden gekommen. Er lachte, dieses leise, selbstverliebte Lachen, das ich an ihm so mochte. Okay, Clara, halte dich gut fest. Ich werde dich jetzt nehmen, schnell und hart. Ich habe mich ein bisschen zu lange zurückgehalten. Ich werde dich vögeln bis zur Erschöpfung. Das sagtest du bereits, dachte ich. Und in meinen Ohren rauschte es, als er seine Ankündigung wahrzumachen begann. Oh Gott, bis zu seiner Erschöpfung hatte er gesagt. Ich erkannte, dass meine eigene lange vorher kommen würde. Und wenn ich mich ausruhe, kleine Sklavin, dann wirst du wachen. Fleisch klatschte auf Fleisch, während er mich fickte. Er verschluckte fast die Worte, die er sprach. Aber ich musste sie nicht hören, denn ich fühlte sie. Sein Körper sprach zu mir auf eine Weise, die ich in jeder Sprache erkannt hätte. Denn wenn ich aufwache dann davon, dass deine Lippen und deine Zunge meinen Schwanz umspielen und ihm huldigen und ihn bereit machen, hast du mich verstanden? Ja. Oh Gott, ich hatte mich übernommen, definitiv. Aber ich genoss jede verdammte Sekunde. Er stieß mich in diesem alles verzehrenden Rhythmus, der mich auf der Kante hielt, ohne mich jeder rüberzutreiben. Sein Atem ging rau fand ein Echo in meiner Brust, wo Lust und Verlangen ein Loch gegraben hatten. Ich presste meine Stirn auf meine Handflächen. Das hier, das war gut. So, so gut. Auf eine verzweifelte, perverse Art war es das Beste, was ich je erlebt hatte. In meinem Bauch kochte die Spannung. Ganz von allein klammerten sich meine Muskeln um seinen Schwanz, hießen ihn willkommen bei jedem Stoß. Ich kannte noch nicht einmal sein Gesicht. Es war ernüchternd, irgendwie. Bilderfetzen tanzten vor meinen Augen, aus meinem Traum. Der Unbekannte vom Flughafen. Und Nicolo Contarini. Ich hasste das Wissen, dass ich an ihn dachte. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet in dieser Situation. Aber noch mehr hasste ich die Tatsache, dass das Bild von seinem Gesicht, von seinem arroganten Lächeln mich härter an die Spitze trieb, als jeder einzelne Stoß des Fremden, meines Schneekönigs. Ich kann der sein, den du begehrst, oder der, der dir Kummer bereitet hat. Wenn du wüsstest, dachte ich, wenn du wüsstest. Verzweiflung floss glühend durch meinen Unterleib. Ich schloss die Augen, hieß die Hitze willkommen, machte mich bereit für den Sturz. Es würde ein großartiger Orgasmus werden, ein berauschender Fall. In mir zog sich alles zusammen. Ich hielt die Luft an, presste die Lider fester aufeinander, wurde ganz still. Er gab mich der Dominanz des Mannes, der mich nahm. Eine Hand krallte sich in meinen Nacken. Finger schoben sich in meinen Haaransatz und zogen meinen Kopf mit einem Ruck an meinen Haaren in die Höhe. Mein Rücken prallte gegen seine Brust. "No!" Oh. Der Höhepunkt, der immer noch in meinem Innern lauerte, gierig und hechelnd, zog sich zurück. Ich konnte nicht anders. Ein verzweifeltes Wimmern bebte über meine Lippen. Er drehte ganz sacht seine Hüften, rieb seinen Unterleib an meinem Hintern in langsamen, kreisenden Bewegungen. Gerade so sehr, dass sie die Flamme nährten, die so verzweifelt danach schrie, sich in gleißenden Funken zu entladen. Ich presste meinen Hintern in seine Leiste, suchte nach dem Winkel, der mich endlich erlösen würde. Bitte, jammerte ich. Bitte. Seine freie Hand legte sich flach um meinen Hals. Er drückte nicht, nur das Versprechen einer Drohung. Und doch erzwang er meine erneute Kapitulation, machte mich still. Ganz, ganz. Ganz still, während mein Puls in meinen Ohren rauschte und er seinen Rhythmus wieder aufnahm. Er hatte die Position gewechselt, stieß jetzt in einem anderen Winkel in mich, erreichte nicht mehr die Vorderseite meiner Scheide, rieb sich an den Seitenwänden. Es dauerte nicht lange, da fühlte ich ihn erschauern. Ein Beben, das erst durch seine Brust rumpelte, um dann seinen Schwanz in mir zucken zu lassen. Er löste die Hand von meinem Hals und küsste meine Schulter. Als er sich aus mir zurückzog, Enttäuschung hinter meinen Augen. Ich hörte das Schnalzen von Latex und flüchtig fragte ich mich, wann er sich und mich geschützt hatte. Doch das sehnsuchtsvolle Pochen zwischen meinen Beinen, das kein bisschen nachgelassen hatte, übertönte jeden vernünftigen Gedanken. Immer noch sah ich ihn nicht, fühlte nur seine Hitze auf meiner Haut. Da packte er mich um die Hüfte und stieß mich, nicht wirklich sanft, vom Bett. Ein leiser Schrei, als meine Knie auf den harten Boden prallten und meine Augen nach oben schossen. Er hatte sich auf die Bettkante gesetzt. Das Bett war nicht sehr hoch. Meine Schultern befanden sich auf der Höhe seines flachen Bauches. Seine Oberschenkel rahmten meinen Körper ein. Das Gewicht seines Oberkörpers ruhte auf seinen Unterarmen. Sein Kopf war in den Nacken gesunken. Um zu verschnaufen, nahm ich an. Alles, was ich sah, war sein nur noch halb irrigierter Schwanz und sein Körper bis zu der feinen Linie, wo über sein Schlüsselbein das Weiß seiner Schminke in einen wundervollen Goldton überging. Er war ein Bild von einem Mann. Vielleicht kam es von meiner Position auf dem Boden, vielleicht vom warmen Licht, das das Feuer im Kamin verströmte, aber in diesem Augenblick war ich mir sicher, noch nie etwas derart Schönes gesehen zu haben. Pure Maskulinität spiegelte sich in den harten Kanten seines Körpers. Seine Hüften waren schmal, weiteten sich in einem V zu seiner Brust, auf der sich ein Hauch schwarzer Haare kräuselte. Er hatte kein Sixpack, aber sein Bauch war definiert. Kein Gramm Fett. Nur blanke, glatte Muskeln unter goldglänzender Haut. Eine Aura umgab ihn, schimmernd und viril, die kaum von dieser Welt zu kommen schien. Sein bloßer Anblick machte das Sehnen in mir zu blankem Schmerz. Ich hob die Hand, wollte sein Knie berühren, seinen Oberschenkel entlang streichen. Haut hatte noch nicht Haut berührt, da hielt mich seine Stimme auf. Leck mich sauber. Eine harte Kante schliff seine Aufforderung zu Eis. Meine Fantasie, nicht wahr? Also mach deine Sache gut. Sei eine gehorsame Dienerin, Clara. Meine gehorsame Dienerin. Was? Meine Augen flogen auf. Ich hatte das Gefühl, gleich würden sie aus ihren Höhlen springen. Aber das konnte nicht sein Ernst sein, oder? Es war sein Ernst. Das kleine, selbstgefällige Lachen war Beweis genug. Mein Blick flog zu seinem Schwanz. Er war dunkler als bei den meisten Männern, die ich intim kennengelernt hatte, und immer noch ein wenig geschwollen. Ich sah den Kranz seiner Vorhaut, die sich langsam wieder über seine Eichel zu schieben begann, und den feucht glänzenden Schlitz an der Spitze. Unwillkürlich fuhr ich mir mit der Zunge über die Lippen. Konnte ich das? Wollte ich das? Er schien meine Verzweiflung zu bemerken, denn er setzte sich ganz auf. Fast zärtlich schlossen sich seine Hände um mein Gesicht, zwangen meinen Blick in sein. Sieh mich an, Piccola. Mit flatternden Lidern suchte ich seinen Blick. Molto bueno, lobte er, als es mir schließlich gelang, ihm in die Augen zu sehen. Ich fühlte mich nackt. Nicht nur mein Körper war entblößt. Ausgerechnet sein Lob war es, das auch meine Seele offenlegte vor ihm. Und mit einem Mal hatte ich Angst, dass er mein Herz zerquetschen würde. Zu viel? Sein Daumen strich über meine Unterlippe, zog sie ein wenig nach unten, bevor er die Kuppe in meinen Mund schob. So ein süßer Mund, so warm, so feucht. Er rieb mit dem Daumen über meine Zunge und unwillkürlich begann ich an ihm zu saugen. Ah, oh, stöhnte er und stieß weiter vor. Fast so weit, dass es unangenehm wurde. Zwischen meinen Schenkeln begann das Pochen erneut, das Sehnen. Ich will diese Zunge an meinem Schwanzbeletzer. Wirst du das für mich tun? Er zog seinen Daumen aus meinem Mund. Das leise Geräusch, als meine saugenden Lippen ihn freigaben, dröhnte in meinen Ohren, machte mich feucht, noch feuchter, als ich ohnehin schon war. Seine Worte lockten, warben. Ich frage dich, aber in Wahrheit ist es nicht deine Entscheidung, Schokolata. Nichts, was hier heute Nacht geschieht, ist deine Entscheidung. Ich nehme dir alle Unsicherheit. Du sollst nicht nachdenken, nur gehorchen. Seine Hand in meinem Nacken befahl. Mit gleichmäßigem, unnachgiebigem Druck führte er meinen Kopf zu seinem Schoß. Leck mich sauber, sagte er noch einmal. Doch diesmal war seine Stimme nicht Eis, sondern süßer, schwerer Wein, der die Sinne vernebelte, der nur Genuss war und niemals dafür gedacht, den Durst zu löschen. Ich nahm ihn in meinen Mund und begann, meine Aufgabe zu erledigen. Ich führte meine Lippe seine Länge entlang, soweit ich konnte, bevor ich sie einmal abwärts gleiten ließ. Ich schmeckte Salz auf meiner Zunge und Moschus. Latex, als ich unten angekommen, seine Spitze aus meinem Mund gleiten ließ und begann ihn zu lecken. Von der Wurzel zur Spitze. Erst die Vorderseite, dann die Unterseite. Er zuckte auf meiner Zunge, als ich seine Vorhaut mit einer Hand nach unten zog, um seine Eichel besser lecken zu können, und ich fühlte, wie er unter meinen Fingern wieder hart wurde. Ah, Clara. Die Verzweiflung, mit der er meinen Namen aussprach, stachelte mich an. Mach deine Sache gut, hatte er gesagt, und jetzt wollte ich sie gut machen. Eine Sache, die es wert war, dass man sie erledigte, war es wert, sie gut zu erledigen. Ein Motto, nach dem ich schon immer gelebt hatte. Aber jetzt, mit dem Geschmack seiner Leidenschaft auf meiner Zunge, wollte ich mehr. Ich wollte, dass er den Abdruck meines Mundes auf seinem Schwanz trug, wenn wir uns in einigen Stunden trennten, so wie ich wusste, dass ich ihn noch in mir fühlen würde, den ganzen morgigen Tag lang, vielleicht noch länger. Ich wollte mich ihm unter die Haut brennen, wie er sich unter meine brannte, mein Schneekönig. Wollte, dass er noch einmal meinen Namen sagte, so wie gerade eben, Clara, Clara, mit den verschmolzenen Vokalen und dem grollenden R. Clara. So viel Eifer, so ein braves Mädchen. Er verstärkte den Druck in meinem Nacken, hielt mich fest, während er begann, zwischen meine Lippen zu stoßen. Ich öffnete meine Kehle, ich war nicht besonders geübt in diesen Dingen, und mein Schluckreflex weigerte sich zu kooperieren. Aber ich schloss die Augen und ließ ihn machen. Ich wollte ihm gefallen, so sehr gefallen. Erst als er meinen Kopf zurückzog und seinen Griff löste, um mir eine Träne aus dem Augenwinkel zu wischen, wurde mir bewusst, wie sehr ich mich angestrengt hatte. Genug, kleine Sklavin. Du hast deine Sache sehr gut gemacht. Ich schmiegte meine Wange in seine Hand, trank seine Anerkennung, inhalierte seinen Duft. Er roch jetzt auch ein wenig nach mir, stellte ich fest. Der herbe Duft, der ihm zu eigen war, hatte sich vermischt mit der süßeren, feminineren Note meiner Haut. Das war ein schöner Gedanke. Ich lehnte meine Schulter an seinen Oberschenkel, wartete, genoss. Er streichelte mein Gesicht, seine Finger spielten mit meinen Haaren. Ich vergaß die Zeit, wusste nicht, wie lange wir so da saßen. Ich zwischen seinen Knien, er über mir, in einer Blase aus köstlichem Vergessen. Brave Sklavinnen bekommen eine Belohnung von ihrem Herrn. Die Nacht ist noch lang. Noch träumen wir unseren Traumbelitzer. Möchtest du von mir belohnt werden für deine Dienste? Geschockt flog mein Blick zu ihm auf. Bot er mir an, mich zu bezahlen? Die Frage schmeckte bitter auf meiner Zunge, bitterer noch als der Geschmack von Latex zuvor. Wie meinst du das? Ich weiß, dass du keine Hure bist, Piccolina. Es ist gewiss nicht Geld, von dem ich spreche. Vertraust du mir? Es ist doch nur eine Fantasie, oder? Warum rührte mich seine Frage so? Der Scherz kam zitternd über meine Lippen und nicht halb so leichtherzig, wie ich es mir gewünscht hätte. Natürlich. Aber auch ein Traum kann zu einem Albtraum werden, nicht wahr? Was hast du vor? Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Es war nicht das Lächeln des Eiskönigs, das arrogant war und ein wenig selbstverliebt. Es war das Lächeln hinter der Maske, das ein wenig von dem Mann enthüllte, der er im wirklichen Leben sein mochte. Ein Spielbelezer, und es wird dir gefallen. Ich habe mir deinen Körper genommen. Jetzt sollst du ihn mir schenken. Aber du musst mir vertrauen. Vertraust du mir? Glühend heiß begann die Lust erneut in meinem Inneren zu pochen. Erinnerte mich daran, dass ich gegeben hatte, ohne zu bekommen. Was muss ich tun? Vertraust du mir? Er wiederholte die Frage und diesmal lag ein Hauch Strenge in seiner Stimme. Mein Herz überschlug sich, begann zu stolpern und zu rasen. Vertraute ich ihm? Wie sollte ich? Ich kannte ihn doch nicht einmal. Aber Gott, ich wollte ihm vertrauen. Entschlossen sah ich ihm in die Augen und nickte. Ein anerkennendes Schmunzeln begleitete diesmal sein Nicken. Zielstrebig strich er mir eine Haarsträhne hinter das Ohr, dann tätschelte er meine Wange, kurz bevor er seine Hand ganz von meiner Haut nahm. Mutiges Mädchen. Nun hör mir gut zu. Ich möchte, dass du aufstehst und zu der Kommode rechts neben dem Kamin gehst. Öffne die obere Lade. Du wirst Dinge darin finden: Dinge, die dir gefallen und Dinge, die dir Angst machen. Dinge, die deine Fantasie tanzen lassen und Dinge, die du niemals hast sehen wollen. Du wirst drei dieser Dinge aussuchen und auf das silberne Tablett auf der Kommode legen. Dann wirst du zu mir kommen und ich werde dir die Augen verbinden. Ich werde mir das Tablett holen und all das, was du ausgesucht hast, an dir benutzen. Gründlich und gewissenhaft. Schauder jagten über meinen Nacken bei der Frage, was sich wohl in dieser Schublade befand. Bilder entstanden, Phantasien. Ich presste meine Schenkel zusammen, weil seine Worte und die Bilder, die er herauf beschwor, das Feuer das in mir nur noch glimmte, mit einem Schlag auflodern ließen, wie ein Windstoß einen Waldbrand anfachte. Seine Hand griff nach meinem Kinn und hielt es fest, zwang mich, ihn genau anzusehen. Nichts von meiner Erregung war in seiner Miene zu sehen. Er war vollkommen beherrscht, und ich war mir sicher, das lag nicht an der Maske. Zischend entfuhr mir mein Atem. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Luft angehalten hatte. Aber sei vorsichtig, Piccolina, und wähle mit Bedacht. Denn unter all den Dingen, die du zurücklässt in der Schublade, werde ich meine Wahl treffen und noch ein weiteres Spielzeug entnehmen. Ich werde es zu den Dingen legen, die du ausgewählt hast, und sei sicher, dass es mir ganz besondere Freude machen wird, genau dieses Spielzeug besonders intensiv an dir zu erproben. Einen kleinen Moment ließ er mir Zeit, um die volle Tragweite seiner Worte zu begreifen. Ich verstand. Ich wusste, was er mir sagte. War ich zu vorsichtig in meiner Wahl, würde er es mich bereuen lassen. Nun, Clara, das ist mein Traum. Bist du mutig genug, ihn mit mir zu träumen? Oh Gott. Ich stand auf und merkte, wie weich meine Knie waren. Der Kavaliere reichte mir die Hand, damit ich einen Halt hatte. Er lächelte. Für einen Augenblick wünschte ich, dass er mitkommen würde zu dieser ominösen Schublade. Und dann auch wieder nicht. Ich ließ seine Hand los. Okay, kann ja so schwer nicht sein. Ich spürte seinen Blick auf mir, als ich das Zimmer durchquerte. Der Shaggy-Teppich schmiegte sich unnachahmlich weich an meine Fußsohlen. Ich fühlte mich so nackt, als sei ich durchsichtig. Warum denn, Hühnchen? Der Mann war in dir drin, hatte seine Hände überall auf dir drauf und du bist doch sonst nicht so verschämt mit einem Lover. Aber er war ja kein Lover. Er war eine Zufallsbekanntschaft. Zwar eine, mit der ich Glück gehabt hatte, denn er hatte mich so sehr hochgetrieben, dass ich mich im Leben nicht daran erinnert hätte, dass das Kondom zur Standardausrüstung bei so etwas gehörte. Mit einer einzigen Drehung des Handgelenks hatte der Kerl meinen Verstand einfach ausgeschaltet. Das war gefährlich, das wusste ich. Aber er war nicht gefährlich, er hatte daran gedacht. Der Gedanke war beruhigend, ermutigend. Egal wie verfrüht und wie unvernünftig das war, aber mit dieser Geste gab er mir ein Gefühl von Sicherheit in seinen Armen, das ich bei David erst nach dem fünften oder sechsten Date empfunden hatte. Der Mann war nicht David. Der Mann spielte in einer ganz anderen Liga als David. Und er wollte mich. Das schmeckte wie Champagner. Das stieg zu Kopf wie hochprozentiger Whisky. Das machte das Herz leicht wie eine komplette Rolle Smarties. Er schenkte mir Vergessen. Ein Vergessen, das ich mir leisten konnte, weil er da war und auf mich aufpasste. Er wollte mich. Wollte mit mir spielen. Und ihm diesen Wunsch zu erfüllen, das war das Mindeste, was ich tun konnte, als Dank. Ich beäugte die Kommode, die hier in diesen Raum ungefähr so gut passte wie Biedermeiermöbel in eine Ikea-Filiale. Mut, Hühnchen. Ich griff nach den beiden Knöpfen und zog die oberste Schublade auf. Oh Gott, ein heilloses Durcheinander empfing mich. Der Geruch nach Leder und Desinfektionsmittel. Nach Plastik. Es beruhigte mich ungemein, dass viele der unbequemer aussehenden Toys, über deren Verwendung ich lieber gar nicht nachdenken wollte, noch in der Verkaufspackung eingewickelt waren. Puh, wenigstens hatte er die noch an keiner Vorgängerin benutzt. Oh Himmel. Von mindestens der Hälfte der Sachen wusste ich nicht mal, was man damit machte. Wohin man sie einführte, wo man sie ansetzte. Klar, Manschetten, Reitgärten, Peitschen, Ketten, sprachen für sich. Ebenfalls keine Frage über diese langen Tuben mit einem Batteriefach und einem Knöpfchen am stumpfen Ende. Ich schluckte. Oh nein, bestimmt nicht. Andererseits. Dann würde er so ein Ding auswählen und es an mir. Mir wurde ganz heiß bei dem Gedanken. Aber würde er das denn? Da war doch so viel anderes. Nippelklemmen. So sahen die aus? Ich kannte sie aus Büchern. Für Sexshops hatte meine Abenteuerlust nie gereicht. Waren das alles Klemmen? Die kamen offenbar in hundert verschiedenen Ausführungen. Einige sahen geradezu tödlich aus: in Edelstahl, mit Zähnchen. Ganz sicher nicht. Und auch nicht die silbernen Wäscheklammern mit einer schmalen Kette dazwischen, an der verschiedene Häkchen hingen. Offenbar gehörten die ebenfalls silbernen Gewichte zu diesem Ensemble dazu. Nein, ich wollte das nicht ausprobieren. Andererseits stieg damit die Gefahr, dass er sich diese brutalen Teile auswählte. Wenn ich aber stattdessen harmlose Klemmen mitnahm, dann verlor er vielleicht die Lust an meinen Brustwarzen, die ich ohnehin nicht als besonders empfindsam kannte, ich griff nach einer noch verschweizten transparenten Tüte, in der zwei ziemlich breite Klemmen aus stahlgrauem Plastik lagen. Die fühlten sich zwar recht schwer an, aber das Plastik war weich und würde ganz sicher nicht zu festbeißen. Zaghaft legte ich die Tüte auf das Silbertablett und wagte einen Blick über die Schulter. Aber ich stand so, dass er bei aller Neugier nicht sehen konnte, was ich aussuchte. Ich hatte es genossen, wie seine Hand auf meinem Hintern gelandet war. Ich schämte mich fast, das vor mir selbst zuzugeben. Aber es hatte mich einfach heiß gemacht. Darüber hinaus klingelten noch seine Worte in meinen Ohren, dass es keinen Spaß machte, einen Hintern zu versohlen, auf dem man keine Abdrücke sah. Ah, die Vorurteile einer Hautfarbe, die an Milchschokolade erinnerte. Funktionierte das auch mit anderen Werkzeugen als mit der bloßen Hand? Und er würde schnell die Lust daran verlieren und zu was anderem übergehen? Himmel, Clara, strapaziere nicht seine Geduld zu sehr, sonst wird er etwas wählen, das richtig wehtut. Die Reitgerte sah aus, als würde sie verdammt zwiebeln. Besser nicht. Lieber ein Flogger mit Strängen aus weichem Leder. Auch da fand ich einen, der noch eingepackt war. Damit fühlte ich mich einfach besser. Ich legte ihn mit etwas mehr Mut zu den Nippelklemmen auf das Tablett. Ancora uno. Mit einem Schrei fuhr ich zusammen, denn ich hatte ihn wieder einmal nicht kommen gehört. Doch plötzlich stand er hinter mir. Sein Atem auf meinem Hals, als er mir über die Schulter blickte. Interessiert betrachtete er die Artikel auf dem Tablett und mir schoss das Blut schneller ins Gesicht als Benzin in den Einspritzmotor eines Formel-1-Rennwagens. Oh Gott, da war es wieder. Das Grübchen. Er war amüsiert. Noch eins, wiederholte er und legte seine Hand auf meine Hüfte. Obwohl das eigentlich unfair ist, Schokolatina, eigentlich hast du schon drei. Ich runzelte die Stirn, sah auf das Tablett, drehte ein wenig den Kopf, um ihn anzusehen. Aber die Maske gab nichts Preis. Alles, was ich erreichte, war, dass sein zu Kopf steigendes Aftershave mich schwindelig machte. Wie meinte er das? Zählten die Nippelklemmen schon als zwei Spielzeuge? Verwöhn mich, Schokoladiner, surrte so er an meinem Ohr und leckte meinen Hals. Eins noch. Ich griff nach einem silbernen Ding, das aussah wie ein winziger Pizzaschneider. Der Kavaliere schnalzte mit der Zunge. Eine Warnung. Er langte über meine Schulter hinweg und nahm das Ding in seine rechte, streckte seine linke Hand aus und schnippte mit den Fingern. Gehorsam legte ich meine Hand in seine, die Handfläche nach oben. Ganz behutsam fuhr er mir mit dem Zahnrädchen des Pizzaschneiders quer über die Handfläche. Er drückte nicht mal auf, aber ich riss im Reflex meine Hand zurück. Au! Die winzigen Spikes hatten wieder Haken, Nadelspitz, die sich unter die Haut gruben. Der Kavaliere legte das Ding zurück in die Schublade, Ganz nach hinten. Dafür bist du nicht bereit, Piccola. Ich will dir nicht wehtun. Oh, das klang wie Musik in meinen Ohren. Nicht sehr, jedenfalls, fügte er ganz ernsthaft hinzu, und mein Herz machte einen Satz. Es war seine Hand auf meiner Hüfte, die verhinderte, dass ich zur Seite ausbrach und flüchtete. Mit einem leisen Seufzer beäugte ich noch einmal den Inhalt der Schublade. Schließlich legte ich meine Finger auf ein paar lederne Manschetten, an denen Ösen und Haken eingearbeitet waren. Man konnte sie offenbar ineinander haken oder aber eine Kette zwischen ihnen befestigen. Ich drehte den Kopf und sah ihn fragend an. Für jemanden dessen Augen im Verborgenen lagen, war sein Lächeln erstaunlich offen. "Du willst, dass ich dich fessle, Piccola? Ich habe Angst, dass ich mich so sehr herumwälze, dass du mir unabsichtlich weh tun würdest", sagte ich und ärgerte mich über das Zittern in meiner Stimme. Er griff nach einer Rolle mit schwarzem Tape. Dann müssen wir dich so binden, dass du absolut nicht mehr bewegungsfähig bist, erklärte er. Das hat auch seinen Reiz. Aber erstens glaube ich nicht, dass dein Vertrauen in mich so weit reicht. Und zweitens bin ich viel zu neugierig auf die Reaktionen deines Körpers auf all die Dinge, die ich mit dir machen werde. Während mein Herz einen Kopfsprung Richtung Zehennägel machte, legte er das Tape zurück und nahm stattdessen eine silberfarbene Augenmaske an sich. Leg die Manschetten auf das Tablett, Thesodomio sagte er mit feierlichem Ernst in der Stimme. Ich seufzte ergeben, und er schmunzelte hinter mir, ehe er mir sehr unzeremoniell die Maske über die Augen legte und festzurte. Kannst du etwas sehen? Ich spürte einen Luftzug, dann leises Lachen. Ich habe gerade beide Fäuste in Richtung deiner Augen geboxt, Piccola, und du hast nicht mal gezuckt. Ich gehe mal davon aus, dass du nichts sehen kannst. Wie er das hätte machen sollen, da er ja hinter mir stand, war mir ein Rätsel aber keines, dem ich in diesem Augenblick zu viele Gedanken widmen wollte. Er griff um meine Oberarme und schob mich ein Stück zur Seite. Ich hörte ihn in der Schublade rumoren, Dinge herausnehmen und zurücklegen, zu sich selbst murmeln. Ich grinste. Der große Meister der perversen Sexspielchen hatte dieselben Entscheidungsschwierigkeiten wie ich. Aber er würde doch nicht diesen Pizzaschneider wählen, oder? Mein Grinsen erstarb. Dafür setzte in meinem Bauch ein Kribbeln ein, das ein wenig unangenehm und zugleich sehr prickelnd in andere Körperregionen vordrang. Dann waren seine Hände auf mir. Überall. An mir, in mir. Seine Finger schoben sich zwischen meine Beine, tasteten, drangen in mich. »Das erregte dich, ja? Du bist ganz nass für mich, Chocolata. Deine Haut glüht. Perfekt. Ich möchte, dass du vorbereitet bist. Ich werde ein zweites paar Manschetten dazulegen. Du willst, dass ich dich binde.« ich könnte deine Hände aneinander binden, aber wenn sie vor deinem Körper gefesselt sind, dann habe ich keinen freien Zugang zu deiner Vorderseite. Und wenn ich sie auf deinem Rücken zusammenbinde, dann kannst du nicht bequem auf dem Rücken liegen. Er führte mich ein paar Schritte, bis ich mit dem großen Zeh am Bett stieß. Leg dich hin, Tesoro. Er führte mich. Auf den Rücken. Ein bisschen weiter nach oben, bis du bequem liegst. Wir werden uns jetzt eine Weile miteinander beschäftigen, weißt du? Er küsste mich, unerwartet und so heiß. Seine Zunge tanzte mit meiner. Er drückte mich weiter nach oben auf das Bett, schob sich auf mich, über mich, packte meine Handgelenke und zog sie in Richtung der oberen Ecken der Matratze. Seine Hände glitten an meinen Armen abwärts, strichen über meine Schultern, hielten sich eine Weile an meinen Brüsten auf, zwirbelten die Brustwarzen, bis sie sich beinahe schmerzhaft aufrichteten. Ich stöhnte leise. Bleib so, befahl er mir. Dann war er weg. Und Panik rauschte über mich hinweg wie ein kalter Wasserstrahl. Ich musste mich zusammenreißen, um die Arme nicht herunterzunehmen und mich zu bedecken. Mein Herz stolperte. Dann war er wieder da, aber das half nicht, denn im nächsten Augenblick schloss sich eine Manschette um mein linkes Handgelenk, der Verschluss schnappte zu, und als ich an dem Arm ruckte, hing er fest. Glühende Hitze sickerte durch meinen Schoß. Ein Karabinerhaken, erklärte der Kavaliere sachlich und packte bereits mein anderes Handgelenk, um es zu fixieren. Ganz leicht zu lösen. Für mich natürlich, nicht für dich. Er ließ mein rechtes Handgelenk zurück auf die Matratze sinken, ließ mich die Fesselung testen. Mein Atem ging jetzt heftiger. Meine Arme waren weit nach außen und oben gezogen, offenbar an den Ecken des Bettes fixiert. Ich war blind und konnte die Arme nicht mehr bewegen. Panik rauschte nicht mehr über mich hinweg, sondern setzte sich kalt und glibberig in meinem Magen fest, in einem krassen Gegensatz zu der Hitze, die von der Stelle zwischen meinen Schenkeln nach oben in meinen Bauch floss. "Hol tief Luft, Chocolatina", murmelte er und streichelte meine Arme, meine Schultern, meine Hüften. "Ganz tief atmen. Ich bin da. Ich lasse dich keine Sekunde allein, solange du gefesselt bist. Vertraust du mir?" Es war so schwer, so tief zu atmen, wie er es von mir wollte, aber ich versuchte es. Meine Augen unter der Maske brannten. Worauf lese ich mich hier ein? Ach, das war so unvernünftig. Clara Hummel war nie unvernünftig. Sie tat nur Dinge, die sie kontrollieren konnte. Sie ging mit Männern ins Bett, aber nur weil sie das wollte. Und wenn sie sich überrumpelt fühlte, dann konnte sie sich anziehen und einfach gehen. Jetzt lag ich gefesselt im Bett eines Mannes, den ich erst vor wenigen Stunden getroffen hatte und von dem ich nicht mal. Wie heißt du? brach es aus mir heraus. Ich weiß noch nicht mal deinen Namen. Mein Name ist unwichtig. Mein Name ist Cavaliere, Clara. Dein Vergnügen ist wichtig, dein Körper. Du hast dir die Fesseln selbst ausgesucht. Und die Klammern. Und den Flogger. Deine Wahl, Clara. Du weißt, dass du das willst. Und ich kann dir das geben, was du willst. Seine Zunge strich über die Unterseite meiner Brüste. Heißer Atem traf mich. Dann ein leichter Biss in die Brustwarze. Mein Körper bäumte sich ihm entgegen, und die Panik wurde schlagartig abgelöst durch brennendes Verlangen. Die Hitze hatte gesiegt. Er brummte genießerisch und begann geradezu hingebungsvoll an den Spitzen meiner Brüste zu lecken und zu saugen. Mm, ich mag es, wie heftig deine Nippel reagieren. Unter der Maske riss ich die Augen auf. Meine Brustwarzen reagierten fast nie. David hatte alles ausprobiert, aber. Oh Gott. Da war plötzlich etwas wie eine Hochspannungsleitung zwischen meiner Brust und meiner Scham, und der verdammte Kavaliere hatte das Kabel verlegt. Ich hörte mich selbst wimmern, und er verstärkte seine Anstrengungen noch. Sein Mund widmete sich jetzt der anderen Seite, während kundige Finger weitermachten. Dann ein scharfer Schmerz, der sofort abklang. Er hatte die erste Klemme angesetzt. Die sind gut gewählt, murmelte er wie geistesabwesend. Weiches Plastik. Rutscht nicht ab, wenn ich deine Nippel vorher lecke. Wäscheklammern rutschen und das tut weh. Die hier? Nicht so sehr. Er setzte die andere Klemme an, schnippte mit dem Finger dagegen, sobald der Schmerz zu einem dumpfen Pochen abebbte. Er weckte die Nerven auf. Ich schnappte nach Luft. Wie fühlt sich das an, Schokolatina? Ich begann seinen Lieblingskosenamen für mich wirklich zu lieben. Aus seinem Mund klang es, als sei ich die köstlichste Süßigkeit. Gut flüsterte ich, mein Gesicht heiß vor Erregung, vor Scham vor mir selbst, weil ich das nicht gut und erregend anfühlen sollte. Sehr g ah! Ich bäumte mich so heftig auf, dass ich mir beinahe beide Schultern ausrenkte, weil die Fesseln um meine Handgelenke mich zurückrissen. Fast gleichzeitig begannen die Klemmen zu vibrieren. Es war kein wirklicher Schmerz, es war unbeschreiblich ein schweres, zerrendes Gefühl, das all meine Gedanken nur auf diese zwei unglaublich erregten Punkte meines Körpers fixierte. Oh Gott, ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Selbst seine Stimme zerfaserte an den Rändern, und ich war wie benommen von der Erfahrung, dass ich ihn trotzdem noch verstehen konnte, selbst als die Hälfte meiner Gehirnzellen wie auf einen Schlag abgeschaltet wurden. Sehr gut gewählt, murmelte er, in seiner Stimme schwang Anerkennung mit, noch etwas anderes, das wie tiefe männliche Befriedigung klang. Seine Hände lagen auf meinem Bauch, seine Daumen streichelten mich zart, ich fühlte ganz deutlich seinen Blick auf meinen Brüsten, und die Hitze in meinem Körper wurde immer unerträglicher. Dann seine Lippen, sein Atem auf meinem Bauch. Clara, murmelte er, hörst du mich? Ich wimmerte ein unverständliches Ja. Er schmunzelte und knabberte sanft an meiner Bauchdecke. Du schmeckst wie Schokolade. Ich muss jetzt aufstehen, Kiarina, okay? Ich stehe neben dem Bett. Ich lasse dich nicht allein, okay? Du wirst gleich wissen, dass ich immer noch da bin. Nimm mir wenigstens diese Klammern ab, dachte ich verzweifelt und gleichzeitig wünschte ich, sie mögen immer dran bleiben. Ich rieb meine Schenkel aneinander. Das Vibrieren an meinen Brüsten setzte mein Geschlecht in Flammen. Ich glaubte explodieren zu müssen. Hey, seine Stimme bekam diese Schärfe, die einen Befehl signalisierte. »Es gilt immer noch. Du kommst nicht, Schokolatina, bis ich es dir sage, verstanden? Spreiz deine Beine. Ich sehe ganz genau, was du da tust.« Oh Gott. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht tun, was er sagte. Er nahm mir diese Entscheidung ab. Gleichzeitig griff er nach meinen beiden Knien und drückte sie mit sanfter Gewalt auseinander. So weit, bis es anfing, in meinen Sehnen zu zerren. So. Nicht bewegen. So kann ich deine Pussy sehen und du kommst nicht. Auf diese Weise ist uns beiden gedient. Die Matratze rührte sich, als er sich zur Seite schob, dann aufstand. Wieder kam ein Schwall Panik, aber nicht so schlimm wie beim ersten Mal, weil jetzt die Hälfte meines Verstandes ganz ausgeschaltet und die andere Hälfte mit meinen Brustwarzen beschäftigt war. Ich keuchte und spürte, wie Schweißperlen über meine Schläfe sickerten. Ich musste kommen, brauchte es so dringend. Dann traf der Vlogger. Ich schrie auf. Er hatte mich nicht mal gewarnt. Und die weichen Lederstränge waren gar nicht weich. Sie bissen zu. Mehr wie spielende Katzenbabys, nicht wie ausgewachsene Rottweiler. Aber es waren Bisse. Und die brannten sich in meinen Kopf, holten die ausgeschaltete Hälfte meines Verstandes mit Macht zurück und schürten das Feuer zwischen meinen Beinen. Ich presste die Schenkel zusammen. Der nächste Hieb des Vloggers landete auf meinem Schamhügel. Die Beine auseinander, Schokolata. Nochmal sage ich es nicht. Meine Schenkel zitterten, als ich gehorchte. Ich wölbte mich in den nächsten Schlag hinein. Der vierte folgte gleich darauf. Fast sanft schlangen sich die Stränge um die Unterseite meiner Brüste und verzehnfachten die Vibrationen der Klemmen. Ich wurde kommen. Noch zwei Schläge, und ich wurde kommen mit einer Wucht, die ich nicht aufhalten konnte. Doch der nächste Schlag kam nicht. Mein Körper sackte zurück in die Matratze. Die Hitze, die sich unter den Striemen des Floggers zusammengezogen hatte, verteilte sich wieder bis in die Zehen, bis in die Fingerspitzen. Und obwohl ich, weiß Gott, andere Sorgen hatte, fiel mir auf, dass meine Finger trotz der Fesselung nicht taub wurden. Mein Atem beruhigte sich ein wenig, mein Herz nicht so sehr, denn ich wusste, er stand immer noch neben dem Bett, die Katze in der Hand. Er wartete ab und ich begriff, er wartete, dass ich wieder runterkam, weil er gespürt hatte, wie nah ich dran gewesen war. Frust machte sich in mir breit. Ich hörte sein leises Lachen und wusste, er tat das mit Absicht. Frust wurde zu Ärger. Doch noch ehe dieses ungewollte Gefühl wirklich Fuß fassen konnte, kam der nächste Hieb. Und noch einer und noch einer. Meine Haut begann wieder zu singen. In meiner Pussy klopfte und pochte es, siedendes Blut, das mich durchströmte. Wieder bewegte sich die Matratze. Seine Hand kühl auf meinem überhitzten Schenkel. Dieser Flogge hat zwei Funktionen, Schokoladiner. Es klang fast wie ein Schnurren, aber, oh Gott, ein Eisregen ging auf mich nieder. Zwei Funktionen? Ich versuchte, mich zu erinnern, aber noch immer vibrierten die verdammten Klemmen und verhinderten, dass ich mich auf irgendwas anderes konzentrieren konnte. Ich hätte dir das nicht angetan, Piccola, aber du lässt mir ja keine Wahl. Du hast es selbst ausgesucht. Und ich hatte dir versprochen, dass ich alles, was du aussuchst, an dir benutzen werde. Angetan? Der Eisregen wurde zu einem Bad im Nordpolarmeer. Du musst nicht, begann ich, aber dann lehnte er sich über mich und küsste mich. Einer dieser tiefen, unausweichlichen Küsse, die er so perfekt beherrschte und von denen ich nicht genug bekommen konnte. Ich will aber, flüsterte er an meinen Lippen. Er kroch auf das Bett, spreizte meine Beine noch mehr. Und kniete sich dazwischen. Als ich mir vorstellte, wie ich vor ihm lag, weit, weit offen, schoss mir das Blut zurück ins Gesicht. Ich ruckte an meinen Fesseln, doch alles, was ich erreichte, war, dass meine Brüste schaukelten und sich das Vibrieren der Klemmen verstärkte. Du kannst die Klemmen jetzt abnehmen, ich habe genug davon gekostet, bemerkte ich. Was hatte er vor? Er kniete zwischen meinen Beinen und ich konnte nicht sehen und ich konnte auch nicht hören, was er tat. Tat er überhaupt etwas? Starrte er mich einfach nur an? Ich habe aber noch nicht genug davon. Ich hörte das Grinsen in seiner Stimme. Außerdem tut es weh, wenn man die Nippelklammern ablöst. Das willst du gar nicht. Ich kann ja schlecht den Rest meines Lebens damit rumlaufen. Er lachte. Stell dir vor, wie das wäre. Das tue ich gerade. Ich wand mich in den Fesseln, aber die gaben kein bisschen nach. Du tust dir weh, wenn du an den Manschetten reist, sagte er. Ich würde mir wünschen, dass du das lässt. Du beschädigst mein Eigentum. Dein. Ich wollte mich über den selbstgefälligen Ton ärgern, aber ein neuer Schwall Hitze durchfloss mich. Sein Eigentum. Für eine Nacht sein Eigentum. Er konnte mit mir machen, was er wollte. Und er tat es auch. Es war befreiend. Erschrocken hielt ich die Luft an, als er plötzlich meine Knöchel zwischen seine Hände nahm und sie nach oben hiefte, zur Seite drehte und seine Schulter darunter schob. Er drückte seinen Körper gegen meine Schenkel, und mein Hintern schwebte in der Luft. Allein durch seine Körperkraft hielt er mich wie in einer Schraubzwinge. Eine Hand strich über mein Schienbein, mein Knie. Die Berührung hatte eine beruhigende Wirkung. Das hier, erklärte er ruhig, würde besser funktionieren, wenn ich deine Beine fesseln könnte. Aber ich habe dir gesagt, dass ich nicht glaube, dass dein Vertrauen schon so weit reicht, und das meine ich auch so. Also muss es so gehen. Clara, hörst du mir zu? Seine Hand ließ von meinem Bein ab, tastete über meinen Bauch zu meinen Brüsten. Nacheinander schaltete er die Vibrationen aus. Erleichtert schnappte ich nach Luft. Hörst du mir zu? Ich nickte hektisch. Ich will dir nicht wehtun, okay? Ich tue das nicht, um dir weh zu tun, ich tue das, um dir Vergnügen zu verschaffen. Es gibt Frauen, die können auf gar keine andere Weise zum Orgasmus kommen. Vielleicht gehörst du zu ihnen. Er lachte wieder leise, und mehr als alles andere beruhigte mich dieser Klang. Er hatte alles unter Kontrolle. Er war seiner selbst vollkommen sicher. Nein, wahrscheinlich nicht. Du kannst auf vielen verschiedenen Wegen kommen. Du bist heute schon so oft so nah dran gewesen. Aber ich will, dass wir das hier probieren, hörst du? Und denk daran, du hast das Spielzeug ausgesucht. Ich wende es nur an. Du hast schon drei. Der Ansatz eines Protestes wurde im Keim erstickt, als ich etwas Kaltes, Glitschiges an meinem Hintereingang spürte. Instinktiv drehte ich meinen Körper zur Seite, begann mich in seinem Griff zu winden. Oh Gott, das würde er nicht tun. Das war im Leben nicht. Nein, niemals. Er presste mich mit noch mehr Körperkraft zurück in die Matratze, lehnte sich gegen die Unterseite meiner Schenkel, raubte mir jede Möglichkeit, mich zu rühren. Ich wimmerte, als dieses Ding. Oh Himmel! Nein, das war nicht, jammerte ich. Unter der Maske rollte eine Träne hervor. "Es wird leichter, wenn du dagegen drückst", sagte er ruhig. Dann das leise Lachen, als meine Schenkel unter ihm zuckten. "Nein, nicht gegen mich, Picolina, gegen den Plag. Entspann dich, dann tut es nicht weh." "Ich habe keinen Plag ausgesucht", meine Stimme war kurz davor zu brechen. "Gib mir 24 Stunden lang die verdammten vibrierenden Klammern." Aber lass meinen Hintern in Ruhe, dachte ich. War das das eine Ding, das er selbst aussuchen und auf das Tablett legen wollte? Der Griff von dem Flogger, den du ausgesucht hast, ist dieser Pluck, Tesoro. Seine Stimme war zärtlicher als die des romantischen Liebhabers. Jetzt, ausgerechnet jetzt, wo ich mich benutzter fühlte als je zuvor. Lass es einfach geschehen. Ich bin bei dir, hörst du? Ich halte dich ganz ruhig. Ich habe viel Gleitgel drauf getan, Clara, weil ich schon geahnt habe, dass das Neuland für dich ist. Komm schon, lass los. Es tut nicht weh. Tut nicht weh? Es brannte. Anders als der Flogger. Ganz, ganz anders. Und das auf eine ganz und gar nicht gute Art und Weise. Oh Gott, stöhnte ich an dem Kloß an ungeweinten Tränen in meinem Hals vorbei. Das war so erniedrigend, so beschämend. Er schob den Plack in mich, ohne Rücksicht, ohne Erbarmen. Noch mehr Brennen, dann ein Gleiten. Meine Muskeln klammerten sich um das schmale Ende, und der Keil rutschte in Position. Nervenenden wachten auf, die niemals hätten aufwachen sollen. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und biss die Zähne zusammen. Mein Atem kam abgehackt und stockend. Das leise Lachen des Kavaliere. Er küsste meine Fußknöchel, ehe er langsam meine Beine runterließ. Vergiss nicht zu atmen, Clara, riet er mir. Mir war danach zumute, nach ihm zu treten, aber ich befürchtete, dass ich damit nur die relative Ruhe unterbrechen würde, die der Analstöpsel mir jetzt, nachdem er in Position war, gönnte. Der Kavaliere arrangierte meine Beine und als er sie weit auseinanderzog, rührte sich der Plack in mir, rieb in mir, weitete mich und ich stöhnte. Es gefällt dir, murmelte er. Nein, protestierte ich. Hitze und Kälte fochten einen Kampf in meinem Inneren, den keiner von beiden gewinnen konnte. Nicht mit diesem Ding in dieser Öffnung. Piccolina, flüsterte er. Wenn du mir länger als eine Nacht gehören würdest, würde ich dich regelmäßig ficken. Dort. Ich mag das. Das, was es bedeutet. Es bedeutet, dass du mir ganz gehörst. Alles an dir. Oh Gott, mein Herz stotterte bei dieser Nachricht. Gut, dass ich dir nur eine Nacht gehören werde, Winterkönig, dachte ich, und gleichzeitig fühlte ich ein Zehen in meinem Bauch, das Sehnsucht sehr nahe kam und Enttäuschung war. Nur eine Nacht mit meinem Winterkönig, der auf meinem Körper spielte wie auf einem teuren Musikinstrument, das man nicht kaputt machen durfte. Und jetzt werde ich dich küssen, verkündete er feierlich. Ich presste meine Lippen zu einem schmalen Strich. Vergiss es. Nicht, ehe du dieses Ding rausnimmst. Nicht auf den Mund, lachte er, und noch ehe ich die Worte verarbeitet hatte, berührte seine Zunge meine Schamlippen. Himmel noch mal. Mein Körper warf sich ihm entgegen. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Zu oft schon hatte er mich an die Kante geführt und dann hängen gelassen. Meine Schenkel zuckten und bewegten den Plack. Und unerwarteter Genuss glühte bis in den letzten Winkel meines Körpers. Er saugte an mir, leckte mich, ließ sich Zeit, ließ sich nicht drängen. Konnte das sein? Konnte er Recht gehabt haben? Kam ich besonders hart bei dieser Art von Penetration? Ich war so nah, schon wieder so verdammt nah, trotz oder vielleicht auch aufgrund des unwillkommenen Eindringlings in meiner Kehrseite, der plötzlich gar nicht mehr unwillkommen war. Der ganz neue und beinahe erschreckend gute Gefühle hinzuaddierte. Und sein Mund. Oh Gott, der Mund des Kavaliere. Ich konnte nichts sehen. Ich dachte an sein makellos weißes Gesicht, ich spürte den Rand der Maske, der über meinen Schamhügel streifte, und seine schwarzen Locken, eine Spur zu lang, streichelten die Innenseiten meiner Schenkel. Die Ketten, mit denen die Manschetten um meine Handgelenke an die Ecken des Bettes gefesselt waren, klirrten, weil ich nicht mehr stillhalten konnte. Er hielt meine Schenkel in eisernem Griff und sein Mund peitschte meine Lust so hoch, dass ich gar nicht glauben konnte, dass ich wirklich schon oft zuvor in dieser Nacht so nah dran gewesen war. Ich würde kippen. Ich würde es nicht aufhalten können. Ich würde so heftig kommen. Er nahm den Mund von mir. Nur noch ein kühles Streichen seiner Zunge, dann setzte er sich auf. Mein Körper sackte zurück in die Matratze und ich bekam vor Enttäuschung kaum noch Luft. Ich konnte nichts mehr sagen. Meine Augen brannten. Mein Hintern brannte. Alles brannte. Ich stand in Flammen, und er verweigerte es mir erneut zu kommen. Zeit für mein Spielzeug, sagte er. Dieser selbstverliebte Bastard. Meine Augen liefen über. In heißen Strömen rannen die Tränen unter der Augenmaske hervor, versenkten meine Wangen. Ich konnte nicht mehr. Wenn er irgendwer anders gewesen wäre, und wenn ich nicht gefesselt gewesen wäre, dann wäre ich jetzt gegangen. Ha, was für ein Blödsinn. Wenn er nicht er gewesen wäre, dann wäre ich schon beim ersten verweigerten Orgasmus gegangen. Wie oft hatte er mich jetzt schon hängen lassen? In meinem Kopf explodierte Schwärze. Ich begann, ihn wirklich zu hassen. Bind mich los, sagte ich. Die Festigkeit an meiner Stimme erstaunte mich selbst. Seine Antwort hingegen überraschte mich kein bisschen. Nein. Ich weiß, wie dieses Spiel läuft. Du hast mir kein Safe Word gegeben. Also musst du es respektieren, wenn ich nicht länger spielen will. Bind mich los, Kavaliere. Nun zitterte meine Stimme doch ein wenig. Seine blieb fest und bestimmt. Nicht bevor du gekommen bist, erwiderte er ernst. Du würdest nicht weit kommen, wenn du jetzt gehst, Schokolatina. Du bist aufgepeitscht und wärst unvorsichtig. Und du würdest dich auf den erstbesten Penner unter der Brücke stürzen, nur damit er dich erlöst. Das will ich nicht riskieren. Ich glaube nicht, dass ich unter deinen Händen kommen will. Nicht mehr. Was willst du dann, Clara? Ich will nach Hause gehen. Mein Körper schmerzte vor unerfüllter Lust. Meine Seele schmerzte vor Enttäuschung. Ich wollte nur noch nach Hause gehen. Ich sag dir was, Clara. Ganz sanft, klang er plötzlich, streichelte meine Wange mit seinen Fingern und meinen Namen mit seiner Stimme. Du bist eine devote Frau. Du wusstest es vielleicht selber nicht bis heute, aber du bist, was wir in der Szene eine Submissive nennen. Und eine Submissive bekommt nicht, was sie will. Sie bekommt immer, was sie braucht. Und du, Tesoro, brauchst einen Orgasmus. Den bekommst du jetzt. Und zwar von mir. Mach dich bereit. Er lehnte sich über mich, legte seine Hände auf meine Brüste, auf die Nippelklemmen und einen Herzschlag später kam wieder Leben in die Klemmen, vibrierten sie heftiger als zuvor. Ich keuchte laut auf. Mein Rücken bog sich durch unter der plötzlichen Welle von Genuss. Ich hasse dich, stöhnte ich und drehte den Kopf ins Kissen. Das war keine Lust mehr, das war Zwang. Er wrang die Reaktionen aus meinem Körper, ob ich wollte oder nicht. Ich weiß, ein Schmunzel in seiner Stimme, aber nur einen kleinen Augenblick lang, versprochen. Er legte etwas auf meine Scham. Es war kühl und weich. Ich hörte ein leises Klicken und das Ding erwachte. Federleicht vibrierte es über meine Klitt. In Sekundenschnelle begann mein Absturz. Ein Bungee-Jump aus schwindelerregender Höhe. Alles in mir zog sich zusammen, fester, fester, ein Knäuel aus Emotionen, aus Farben und Formen, die umeinander wirbelten, immer schneller und schneller. Die Farben wurden zu Schlieren, die Emotionen zu sprühendem Funkenregen, der sich in einer Supernova entlud, in der ein neuer Stern geboren wurde. Ich zuckte und bebte, riss an meinen Fesseln, hörte mich schreien, so laut und so lange dass der Kavaliere schließlich Erbarmen hatte und seinen Mund auf meinen legte, die Schreie aus meiner Kehle trank. Er schob seine Arme um mich und hielt mich fest. Mein Anker in diesem Strudel, der mich wegreißen wollte, weg vom rettenden Ufer, weg, einfach nur weg. Oh Gott, in diesem Moment glaubte ich sogar, in den Kavaliere, den Mann ohne Namen, verliebt zu sein, weil er mir das geschenkt hatte, weil er da war, mich hielt, mich küsste, so gut schmeckte weil er der Schneekönig war, der Mann, an dem nichts kalt war. Schokoladiner? murmelte er in meinen Mund hinein, als er die Vibratoren alle endlich wieder ausgeschaltet hatte und ich immer noch zuckend, immer noch bebend in seinen Arm lag. Du bist atemberaubend, wenn du kommst, Bellissima. Wir saßen wieder in der Gondel. Wann war es das letzte Mal vorgekommen, dass ich eine ganze Nacht lang nicht mehr geschlafen hatte? Ich kuschelte mich enger in seine Umarmung, schwelgte in dem Gefühl seiner Arme um meinen Körper. Er hatte mich sanfter geliebt, das zweite Mal. Fast ein wenig träge. Gründlich. Zusammen hatten wir den Rausch genossen und das langsame Auftauchen danach. Er hatte Worte in mein Ohr gewispert, so leise, dass ich sie nicht verstand. Mein Herz hatte sie verstanden und mehr brauchte ich nicht. Der Himmel leuchtete golden im Licht der aufgehenden Sonne, hüllte die Häuser und die wenigen Menschen, die wie wir zu so früher Stunde bereits unterwegs waren, in einen kostbaren Mantel. Ein Tag der noch geboren werden wollte, eine Nacht, die starb. Was denkst du, Chocolatina? Seine Stimme streichelte mein Ohr. Sein Atem roch ein wenig nach Pfefferminz. Er hatte geduscht und sich abgeschminkt rasiert und umgezogen. Nur die Maske war immer noch an Ort und Stelle. Die Haut, die er unter der Schminke freigelegt hatte, schimmerte wie dunkles Gold. Dass es schade ist, dass die Nacht schon vorbei ist. Ich will nicht gehen. Ah, die Trauer der Landung nach dem Flug. Vielleicht. Es war seltsam, vielleicht es mir fehlte, diese kleine Schwäche zuzugeben. Ich war kein Mensch, dem es leicht fiel, sich angreifbar zu machen zu sehr war ich darauf trainiert, meine Gefühle zu verstecken und die immer lächelnde Brötchenprinzessin des Feinkostgrafen Hummel zu spielen. Der Presse war es egal, dass ich nur das adoptierte Aschenbrödel war. Zumindest solange die Hoffnung bestand, irgendeinen Fehltritt meinerseits auszuschlachten. Der Morgen bringt das Ende der Nacht, aber er muss ja nicht das Ende unserer Nacht sein, Melletzer. Mit seiner unvergleichlichen Fähigkeit, mir in den Kopf zu schauen und noch viel tiefer hatte mein Schneekönig offensichtlich gemerkt, dass meine Gedanken auf Abwege gingen. Seine Hände, edel verpackt in weichen, schwarzen Ziegenlederhandschuhen, strichen über meine Oberarme. Ich schmiegte den Kopf in seine Halsbeuge und inhalierte seinen Duft. Er wiegte mich sanft in starken Armen. Oder war es das Schaukeln der Gondel? Gleichgültig. Es fühlte sich wundervoll an. Geborgen und sicher. Eine Möwe kreischte über uns hinweg. Ein kleiner weißer Punkt im Gold des Himmels. Selbst die Vögel sind schon wach, sagte ich mit einem Nicken in Richtung des Punktes, an dem der Vogel mit den Wolken verschmolzen war, irgendwo auf seinem Weg zum Meer. Dann verbring den Tag mit mir, Beletzer. Es gibt so vieles, das ich dir noch zeigen kann. Ich befreite mich aus seiner Umarmung und drehte mich so, dass ich ihm ins Gesicht sehen konnte. Meine Hände fanden seine Wangen. Seine Haut war glatt und weich von der Rasur, seine Lippen noch weicher, als ich sie mit dem Daumen nachfuhr. Eine Welle Zärtlichkeit spülte durch meine Adern. Ich kannte noch nicht einmal sein Gesicht. Das alles machte überhaupt keinen Sinn. Nein, Schneekönig, sagte ich. Er lächelte ein wenig, bevor seine Lippen nach meiner Fingerspitze schnappten und er zubiss. Nicht fest, ein kleiner, feiner, schmerzvoller Süße, der auch mich zum Lächeln brachte. Wirklich, das geht nicht, ich muss arbeiten. Ich nahm die Linke von seinem Gesicht und tastete unter dem Ärmelaufschlag von Bienes Samtumhang nach meiner Uhr. In viereinhalb Stunden entscheidet sich, ob ich noch einen Job habe, wenn ich am Sonntag nach Hause komme. Ziemlich bescheuert von mir, die Nacht davor zu verschwenden, statt mich ordentlich auf diese Präsentation vorzubereiten, oder? Nicht eine Sekunde der letzten Stunden war für mich verschwendet, Tesoro Mio. Es kränkt mich, dass du das anders siehst. Verdammt, scheiße, das Falsche gesagt. Warum glaubte ich ihm? Warum ließ die Wärme in seiner Stimme all das Eis schmelzen, das zu meinem Winterkönig gehörte? Plötzlich wünschte ich mir nichts sehnlicher, als ihm die Maske abzunehmen und einen Blick auf den Mann zu werfen, der mit mir in dieser Gondel saß. Es tut mir leid, sagte ich. Die Worte schmeckten fad auf meiner Zunge und so unzureichend. Ich presste die Lippen aufeinander und sah auf meine Hände in meinem Schoß. Es sah seltsam aus, wie sie sich ineinander wickelten und miteinander rangen. Ich sag doch nur, dass es nicht vernünftig war eine Nacht lang zu vergessen. Der verfluchte Strapsbaron, den ich heute treffen soll, wartet doch nur darauf, mich bloßzustellen. Wenn ich nach Hause komme und den Auftrag, für den ich nach Venedig gekommen bin, nicht in der Tasche habe, dann reibt sich mein Ex die Hände und noch viel mehr seine neue Flamme, weil sie dann einen Grund haben, mich aus der Firma rauszukicken, damit sie nicht länger jedes Mal, wenn sie mich sehen, ein schlechtes Gewissen bekommen müssen. Oh je, verbale diarö. Aber so sehr ich mich bemühte, ich konnte die Worte einfach nicht zurückhalten. Zu viel hatte sich angestaut in den letzten 48 Stunden und seine Nähe, die Wärme in seiner Stimme, drängte es an die Oberfläche mit einer Macht, der ich nichts entgegensetzen konnte. Nicht gerade eine gute Idee, in dieses Meeting zu gehen, ohne ausgeschlafen zu sein und mit dem Kopf in anderen Sachen. Ach scheiße, ich trage keine Maske im echten Leben, Cavaliere, weißt du? Ich kann die Enttäuschung schon sehen auf den Gesichtern von Menschen, die mir etwas bedeuten, wenn ich ihnen mit meinem Scheitern schon wieder Kummer bereite. Ich sah Papas Gesicht vor mir, wie er vor nicht einmal zehn Wochen mit dem Zeitungsartikel in der Hand vor mir stand, in dem eine Trennung von David und die möglichen Gründe dafür herrlich breitgetreten wurden und fuhr mir mit der Hand in die Haare. Du musst dir keine Vorwürfe machen, hatte Papa gesagt, aber seine Miene hatte ganz andere Worte gesprochen. Auch ein tiefer Atemzug konnte die plötzliche Enge in meiner Brust nicht vertreiben. Der Kavaliere sagte nichts. Nur das leise Plätschern war zu hören, mit dem das Wasser gegen das Holz der Gondel schwappte. Okay, sorry, das. Ich bin mir sicher, dass das nicht ist, was du hören willst nach so einer Nacht. Scham über meinen Ausbruch ließ mich den Kopf zur Seite wenden. Zwischen den Häusern rechts des Kanals suchte ich nach einer vertrauten Ecke. Schau mich an, Piccola. Sein Finger fand mein Kinn, führte es in dieser Geste, die mir so vertraut zu werden begann. Ich folgte ihm. Ganz einfach, weil es sich so natürlich anfühlte, ihm zu folgen, wenn er so war. So sanft und doch so bestimmt. Was ich will, ist, deine Seele in meinen Händen zu halten. Ich will sie in meinen Händen halten und ich will, dass es in meiner Macht steht, zu entscheiden, sie zu ehren oder sie zu zerquetschen. Ich erschauerte. Fast entschuldigend hob er die Schultern. So bin ich nun einmal. Ich kann nichts daran ändern. Deinen Körper zu benutzen, ist eine Möglichkeit, das zu erreichen. Dir zuzuhören, wenn du Kummer hast, eine andere. Also entschuldige dich nie wieder, wenn du mir von dir erzählst, Tesor Romeo. Hast du mich verstanden? Es ist ein kostbares Geschenk, das ich zu würdigen plane. Ich schnaubte ein wenig und schaffte es nicht mehr, seinem Blick länger standzuhalten. Hast du das von deinem Vorbild abgeschaut? Frauen mit großen Worten vollkommen willenlos zu reden? Mein Lachen klang falsch und beinahe verzweifelt. Es war ein kläglicher Versuch, ein wenig Leichtherzigkeit in unsere Unterhaltung zu bringen. Welches Vorbild? Der große Casanova, erklärte ich, der größte Liebhaber aller Zeiten, der Mann, der jede Frau verführen konnte, weil er wusste, was sie brauchte. Oh nein, Beletzer. Giacomo Casanova hat die Frauen betört mit seiner Leidenschaft, weil er die Liebe zur Kunst erhoben hat, weil er auf jeder spielen konnte, wie auf einem Instrument, und weil sie süchtig waren nach seinem Spiel. So wie du letzte Nacht? neckte ich und knuffte ihm dabei in die Seite. Er fing meinen Arm auf und sah mir in die Augen. Schwarze Augen, in deren Tiefe das Feuer reiner Sünde loderte. Letzte Nacht, Piccolina, war nur ein Vorgeschmack von dem, was das Spiel alles kann. Ein winziges Appetithäppchen. Wenn du den ganzen Geschmack haben willst, die ganze Süße, die ganze Bitterkeit, dann begleite mich heute Abend auf eine Party und ich werde dir zeigen, was es heißt, die Liebe als Kunst zu zelebrieren. Das Hotel Danieli mit all seinem überzogenen Prunk kam mir nicht mehr halb so großartig vor wie noch vor 24 Stunden, als ich kurz vor Mittag das große Eingangsportal durchschritt. Nach der Nacht im Palast des Schneekönigs war mir dieser zur Schau gestellte Pomp vollkommen gleichgültig geworden. Mein Kavalier brauchte kein Gold und kein Glitter, um sein Schloss zu einem Kleinod zu machen. Ihm reichte seine Präsenz, die mühelos jeden Winkel seines Heimes füllte und die im krassen Gegensatz stand zu der Zärtlichkeit, zu der er fähig war. Hinter dem Empfangstisch saß derselbe griesgrämige Troll wie gestern. Ich straffte meine Schultern, als ich auf ihn zutrat. Der kam mir jetzt gerade recht. In meinem Bauch schwelte noch immer die Wut über den Streit mit Biene. Sie hatte mich erwartet wie ein Racheengel, als ich heute Morgen, immer noch flattrig von dem Abschiedskuss meines Schneekönigs, die Treppe zu ihrer Wohnung erklomm. Ich hatte nicht einmal Zeit, den Umhang abzulegen, da überschüttete sie mich schon mit ihren Vorwürfen. Hast du eine Ahnung, welche Sorgen ich mir gemacht habe? schmetterte sie mir entgegen. Wer war es denn, der plötzlich verschwunden ist? Ich war nicht geneigt, diesen Kampf zu verlieren. Untergeordnet hatte ich mich in der Nacht. Einem Mann, der meine Unterwerfung wollte und belohnte, auf die einzige Art, auf die es ankam. Das war jetzt vorbei. Ich habe dich überall gesucht. Als du nicht zurückgekommen bist von der Toilette, bin ich sofort nach Hause gefahren, weil ich denken musste, dass du einfach geflüchtet bist. Du hattest doch keinen Schlüssel dabei. Aber wer nicht auftaucht, ist Fräulein, ich will mich auf keinen Fall flachlegen lassen. Weißt du, warum ich schon angezogen bin? Weil ich mich gerade auf den Weg zur Polizei machen wollte, um eine verdammte Vermisstenanzeige aufzugeben. Langsam regte sich dann doch mein schlechtes Gewissen. Vielleicht war es unfair, sauer auf sie zu sein, wo ich doch eigentlich sauer auf mich war, und auf die Tatsache, dass ich den Gedanken nicht ertragen konnte, den Kavaliere nie mehr wiederzusehen. Aber ich war noch Meilen davon entfernt, das auch vor ihr zuzugeben. Und zur Hölle nochmal. Es machte keinen Spaß, allein schlechter Laune zu sein. Und wofür zum Teufel waren beste Freundinnen da? Ich schob mich an ihr vorbei und warf Umhang und Zylinder auf die immer noch zum Bett ausgeklappte Couch. Ich muss ins Bad. War es das denn wenigstens wert? schrie sie mir nach. Hitze schoss mir in die Wangen, weil ich das Ziehen in meinen Schultern bemerkte, als ich die Hand ausstreckte, um die Badezimmertür zu öffnen. Der BH rieb sich fast schmerzhaft an meinen noch immer überempfindlichen Brustwarzen. Ich hielt inne und drehte mich zu ihr um. Mit der Klinke in der Hand konnte ich nicht anders, als sie anzugrinsen. Oh ja, sagte ich, und mein Grinsen spiegelte sich nur eine Sekunde später auch auf ihrem Gesicht. Na dann los, Hühnchen. Mach dich so hübsch, dass der Strapsbaron zu sabbern anfängt. Zeig's ihm. Der Strapsbaron wird's im Laus Wunder erleben, bestätigte ich und verschwand im Bad. Nun. Die Versöhnung war jetzt vier Stunden her, und ihre obligatorische Standpauke, dass ich vorsichtiger hätte sein sollen, hatte meiner versöhnlichen Stimmung dann doch wieder einen Dämpfer verpasst. Im Grunde war das genau die richtige Verfassung, um Nicolo Contarini erneut gegenüberzutreten. Signora, an dem Concierge zumindest ging meine neu gefundene Determiniertheit, das Ding hier zu schaukeln, spurlos vorbei. In seiner Miene spiegelte sich Langeweile, mehr als alles andere, nachdem er sich von meinem Räuspern doch dazu hatte überreden lassen, den Kopf zu heben. »Hummel«, half ich aus, immer noch. »Ich habe meinen Namen seit gestern nicht gewechselt. Und ich habe einen Termin. Mit Signor Contarini. Schon wieder.« Der obligatorische Griff zur Ledermappe. Nur mit Mühe konnte ich mir in Augenverdrehen verkneifen. Wahrscheinlich hatte Nicolo Contarini einen ganz außerordentlich kleinen Schwanz, wenn er es so nötig hatte, seine Position mit derart anachronistischen Statussymbolen zu untermauern. Wahrscheinlich fuhr er auch noch Ferrari. Mein Schneekönig hingegen hatte eine Gondel. Und einen Hauseingang unter Wasser. Der hatte es nicht nötig, seine Männlichkeit vor dem Haus zu parken. Wie bitte? fragte ich, als ich bemerkte, dass meine abschweifenden Gedanken mich davon abgehalten hatten, die Antwort des Concierge wahrzunehmen. Fokus, Clara. Das ist jetzt nicht der richtige Moment für sündige Fantasien. Signor Contarini wird sie heute nicht empfangen, wiederholte er und betonte dabei jede Silbe einzeln, als spräche er mit einem begriffsstutzigen Kleinkind. Der Fall zurück auf den Boden der Tatsachen fühlte sich an wie ein Sturz ins Eiswasser. Das ist nicht möglich. Signora Hummel. Wenn ich Ihnen sage, dass Signor Contarini Sie heute nicht empfangen wird, dann wird Signor Contarini Sie heute nicht empfangen. Ich habe einen Termin. Dann ist dieser Termin abgesagt worden. Nun gut, genug. Ich war nicht mehr in der Laune, dieses Gespräch weiterzuführen. Ich presste meinen Arm fester an das Leder der Aktentasche an meiner Seite und richtete mich auf. 167 cm pure Entschlossenheit, wie ich hoffte. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Bitte rufen Sie Signor Contarini an und stellen Sie das Telefonat zu mir durch. Ich verlange eine Erklärung, eine persönliche Erklärung. Das wird nicht möglich sein. Der Troll bewies erstaunliche Geduld. Ich streckte meine Hand aus und griff nach dem altmodischen Knochenhörer auf seiner Seite des Tresens. Wählen Sie, oder muss ich einfach durchprobieren, welche Durchwahl zu dem Maestro führt? Mit dem gutmütigen Lächeln eines gönnerhaften Großvaters nahm er mir den Hörer wieder aus der Hand. Signora, das wird Sie nicht weiterbringen, denn Signor Contarini ist heute nicht im Haus. Er ist geschäftlich nach Mailand gereist und bittet mich, ihn die Anfahrtkosten zu ersetzen. Wenn Sie hier bitte die Auszahlung quittieren wollen, damit ich den Betrag auf seine Rechnung setzen kann. Er lässt ausrichten, dass er nicht beabsichtigt, eine Geschäftsbeziehung einzugehen mit einem Haus, das auf zweite Gelegenheiten zurückgreifen muss, um zu überzeugen. Das Zittern begann an der Rückseite meines Kopfes. Ein Kribbeln wie tausend Ameisen, die meine Schädeldecke zum Vibrieren brachten und unaufhaltsam an meiner Fassung zerrten. Das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Das. Ich hatte gestern die Unterlagen nicht dabei, weil ich falsch informiert worden bin. Signor Contarini war es, der mich auf heute vertröstet hat und mich um dieses zweite Treffen bat. Auf Wiedersehen, Signora Hummel. Vielleicht sah er, dass Wut meine Kehle eng machte und ich mit den Tränen kämpfte, ob dieser Ungerechtigkeit. Er hatte auch das hier inszeniert, begriff ich in diesem Augenblick. Der auf ewig verfluchte Herr der überteuerten Spitzenwäsche hatte alles genau geplant. Die Einladung nach Venedig war nichts anderes gewesen als ein abgekartetes Spiel mit dem alleinigen Ziel, mich und damit Stadthofer vor den anderen Kaufhausvertretern in einem möglichst unvorteilhaften Licht dastehen zu lassen, unzuverlässig, unprofessionell, unvorbereitet. Genau die Art von Geschäftspartnern, mit denen niemand Geschäfte machen wollte. Ich hatte diese Schlacht verloren. Ich wusste, wann es Zeit war aufzugeben. Niederlagen gehörten zu einer Karriere ebenso wie Siege. Warum nur? Fühlte sich diese Niederlage so viel persönlicher an als jede zuvor in meinem Leben, weil sie persönlich war und das, obwohl ich keinen Fehler gemacht hatte, weil ich nichts war als ein Bauer, der geopfert worden war in einem Spiel, bei dem es um etwas anderes ging, um etwas, von dem ich nichts wusste, für das ich aber gerade den Kopf gegeben hatte. Ohne ein weiteres Wort zu dem Troll wandte ich mich um und machte mich auf den Rückweg. Klara Stand in verschnörkelten Lettern auf der Pappbox, die in feines Seidenpapier eingeschlagen war. Der Bote, selbst maskiert und mit einem fürchterlich arroganten Gang, hatte sich nach einer tiefen Verbeugung rückwärts zur Treppe bewegt und wäre beinahe fürchterlich arrogant und rückwärts hinuntergestürzt. Sehr zu Sabines Begeisterung. Sie lehnte sich mit beiden Armen auf den Tisch und beäugte die Box. Jetzt mach schon auf! Das ist für mich! Ich nahm den Karton. Nicht schwer, aber auch nicht leicht. Solide. Das ist von ihm, ja? Von dem Mann, der dich flachgelegt hat. Er macht dir Geschenke. Ich wette, er überspringt den Verlobungsring und schickt dir gleich das Kleid, in dem seine Mutter vor den Traualtar getreten ist. Aber verliebte Venezianer sind furchtbar romantisch. In ihren Augen glitzerten Silbersterne und goldene Herzchen. Ich habe eine Nacht in seinem Apartment verbracht. Das ist weder Anlass für einen Verlobungsring noch für ein Brautkleid. Ich zwinkerte sie an. Nicht, dass ich eines von beidem zurückweisen würde. So gut, hm. Besser. Ich seufzte. Wie um alles in der Welt konnte ich Biene jetzt loswerden. Ich wusste, was in dem Karton war, denn immerhin hatte ich ihn zwei Stunden vorher angerufen, um zuzusagen. Ich würde mit ihm zu dieser Party gehen. Und in diesem Karton, was ich ja das, was ich anziehen sollte. Und nach dem, was er über die Party angedeutet hatte, und nach allem, was ich über ihn wusste, wollte ich auf keinen Fall, dass Sabine dabei war, wenn ich das Kostüm auswickelte. Jetzt komm schon, drängelte sie. Es ist persönlich, murmelte ich und strich über den Deckel der Box. Ich mache es im Schlafzimmer auf, ziehe es an und führe es dir dann vor, okay? Und wenn du Hilfe beim Anziehen brauchst, dann rufe ich nach dir. Und wenn. Ich sah sie an und legte so viel Ärger in meinen Blick, wie ich aufbringen konnte. Es war ihre Wohnung, ihre Freundschaft. Es war nicht fair, sie auszuschließen. Aber es gab Dinge, die sie nicht wirklich etwas anging. Ich zeig es dir. Gleich. Sie atmete einmal tief durch und verdrehte die Augen. Okay. Na gut, gleich. Willst du einen Tee? Der ist doch kalt, ehe ich fertig bin mit dem Anziehen. Ich lachte. Dann mache ich einen neuen. Jetzt geh und zieh den Fummel an. Ich kann es kaum erwarten. Hast du eine Ahnung, dachte ich, als ich mich ins Schlafzimmer zurückzog. Ich setzte mich auf das Bett und öffnete vorsichtig den Karton. Der Kopfschmuck, der oben auflag, raubte mir den Atem. Eine goldfarbene Augenmaske mit feinen, aufgeprägten Mustern, die mit ihrem zauberhaften 3D Effekt sehr edel wirkten. Der Kopfschmuck im Halbkreis angeordnete, stilisierte Sonnenstrahlen in vielen Goldtönen, verziert mit ebenfalls golden eingefärbten Federn, die sich nach vorn ausfalteten und bauschten, sobald man den Schmuck aufrichtete, ließ sich an der Oberkante der Augenmaste anpinnen. Alles in diesem Karton war golden, Sonnenfarben. Und mein Herz begann zu stottern, als ich die Karte aufnahm, die unter dem Kopfschmuck auf dem Kleid lag. Ich bin dein Winterkönig, Schokolatina. Sei meine Sonnengöttin, vertreib die Kälte in mir war dieser Mann echt Ich nahm das Kleid aus dem goldfarbenen Seidenpapier, in das es eingeschlagen war. Schimmernder Organza in gelb, orange, rot und gold. Darunter lagen, mir gingen die Augen über, ein perfekt gearbeitetes Korsett aus weißer Spitze, im Rücken geschnürt, an der Vorderseite falsche Schnürung über einer Häkchenschließung mit Strumpfhaltern. Daneben lagen die dazugehörigen perlmuttschimmernden Strümpfe mit breiter goldener Spitzenkante. Goldene Schuhe mit 15 Zentimeter hohen Absätzen. Oh Himmel! Hoffentlich. Ja, ich atmete auf. Eine Lage Seidenpapier und darunter kam noch ein Umhang zum Vorschein aus schwarzer Seide, bestickt mit aufwendigen Mustern in Gold. Minutenlang saß ich auf dem Bett, sprachlos, atemlos, umringt von all dieser Pracht. Ich schloss die Augen und dachte an sein Apartment. Der Winterkönig war wohlhabend. Dennoch. Das hier erschien mir einfach zu viel. Sei meine Sonnengöttin. Entweder war der Mann übergeschnappt oder er war verliebt. Und wenn er verliebt war, war er dann nicht übergeschnappt? Wir kannten uns doch gar nicht. Gut, er wusste mehr von mir, als ich von ihm, viel mehr. Aber trotzdem, ich fühlte mich zwar auch wie verliebt, aber ich war Realistin genug, um es einfach darauf zu schieben, was er mir geschenkt hatte in der vergangenen Nacht. Das hier, das war übergeschnappt. Langsam, als gehörten meine Hände nicht mir, schälte ich mich aus Jeans und Shirt, legte meinen BH und den Slip ab, zog die Strümpfe aus. Alles ohne den Blick von den Sachen abzuwenden, die ich heute Abend anziehen sollte. Ich schaute auf den Wecker. Viertel nach vier. Um sechs, hatte er gesagt. Ich hole dich ab. Duschen, rasieren, eincremen, die Haare füllen. Oh Gott, meine Haare! Was hatte er vor? Was kam in dieser Nacht auf mich zu? Letzte Nacht sei nur ein Vorgeschmack gewesen, hatte er behauptet. Ich wickelte mich in das große Badehandtuch und schlich über den Flur ins Bad. Keine Chance. Ehe ich die Tür schließen konnte, kam Sabine mir auf die Schliche. Hey, wo ist denn jetzt der Fummel? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ich kann mich auch gleich fertig machen und es dann richtig anziehen. Es passt nicht, oder? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Was, wenn es nicht passt? Probier's an, Hühnchen! Keine Chance, dass das Outfit nicht passen könnte. Dazu war der Mann, der es ausgesucht hatte, viel zu selbstsicher. Der vertat sich nicht in Kleidergrößen. Der Gedanke hatte einen bitteren Beigeschmack. Er war weder übergeschnappt noch verliebt. Er machte sowas ständig. Und an diesem Abend hieß sein Opfer Clara Hummel, das Stiefkind aus München. Meine Euphorie ebbte ab. Nur eine von vielen. Sabine lehnte sich neben der Badezimmertür an die Wand. Ist alles klar mit dir, Süße? Mein Lächeln war garantiert schief. Klar, alles klar. Immer die Perspektive halten, nicht wahr? Nichts überbewerten. Es ist Venedig, Schätzchen. Die Kerle halten sich alle für Casanovas Reinkarnation. Genieße es einfach und denk nicht so sehr darüber nach. Guter Tipp. Ich grinste säuerlich. Das hatte er auch gesagt. Denk nicht nach, Schokolatina. Ich beeile mich. Fass nichts an im Schlafzimmer, hörst du? Zerdrück die Sachen nicht. Ich werde einen Bogen um die Tür machen. Ich will's gar nicht sehen, ehe du's anhast. Hey, im Spiegelschrank ist Goldstaubpuder. Es wird sensationell aussehen auf deiner Haut. Goldstaubpuder? Was auch sonst? Ich zog die Tür zu. Anderthalb Stunden später stand Biene hinter mir und zog die Schnüre des Korsetts noch einmal nach. Es war ein eigentümliches Gefühl zu spüren, wie sich der Stoff immer enger um meinen Körper legte, meinen Stand veränderte. Eine sinnliche Umarmung, die mich wachsen ließ, mich transformierte. Ich fasse das nicht, murmelte sie fast ununterbrochen. Wer ist der Kerl? Mich hat noch keiner so eingekleidet. Kommt herein, wenn er dich abholt? Ich muss mir den Mann ansehen. Ich fasse es nicht. Ich bezweifelte, dass er heute sein Gesicht zeigen würde. Noch etwas, was mich traurig machte. Plötzlich. Warum wollte er sich mir nicht zeigen? Was genau war ich für ihn? Welcher Mann kleidete eine flüchtige Bekanntschaft so ein? Aber hey, ich war ja seine Sklavin. Was er mir schickte, sollte ich anziehen, weil es ihm gefiel, weil er es wollte. Ein wenig des vorfreudigen Kribbelns auf meiner Haut versickerte in Unsicherheit. Sieh nicht so ein Gesicht? Sabine trat vor mich, in der Hand das Kleid. Zieh es über. Du schlotterst ja. Genieß den Abendhühnchen und denk nicht an morgen oder übermorgen. Oh je, hab ich gesagt, denk nicht an morgen? Oh, verdammt, ich bin so neidisch. Sieh das heute als Generalprobe für morgen. In einem Anflug von Verzweiflung hatte ich ihr von dem Ballo del Doge erzählt, zu dem Stadthofer mir ein Ticket organisiert hatte. Sie verging vor Eifersucht. Mit kritischem Blick beäugte sie das Kleid, nachdem sie mir geholfen hatte, hineinzusteigen. Hinten lang mit kurzer Schleppe, hochgeschlossen und mit einem versteckten Reißverschluss gehalten. Vorn? Da reichte es kaum bis zur Mitte der Oberschenkel. Sogar die Oberkante der Perlmutstrümpfe war sichtbar. Mir wurde heiß bei dem Gedanken, dass ich unter dem kurzen Rock kein Slip befand. Der Kavaliere hatte mir keinen Slip geschickt und seine Anweisungen waren deutlich gewesen. Zieh an, was ich dir schicke. Nur das. Seitlich floss der Stoff glänzender, streichelzarter Seidentaft in weichen, goldenen Falten an meinen Beinen zu Boden. Über dem Oberteil aus demselben Gewebe bauschten sich vom Kragen her üppige Falten in schimmerndem Organza. Ich war eingehüllt wie eine Wolke aus sonnigem Luxus und dachte an die Georgette mit den funkelnden Sternen auf seinem Mantel. Wo nahm er die Kostüme her? Sabine schüttelte den Kopfschmuck aus, dass die Federn sich voneinander lösten und locker nach vorn fielen. Das Ding ist sowas von extravagant. Für morgen nehme ich dich mit in den Theaterfundus. Ich kenne einen Typen, der da arbeitet. Er lädt dir ein Kostüm für den Ball, das sich gewaschen hat. Da kann dein Gigolo mit dem Sonnenkleidchen hier einpacken. Sie setzte mir die Krone auf und befestigte das schwere Teil mit Haarnadeln, ehe sie mir die Maske vor die Augen zog. Kannst du durchgucken? Halbwegs. Das reicht auch. Wahrscheinlich willst du gar nicht sehen, was da auf dich zukommt. Sie kicherte verhalten, aber mir war gar nicht zum Lachen. Sie befestigte die Maske am Kopfschmuck. Hier hinten ist ein Klettband. Wenn du den Schmuck abnimmst, aber die Maske auflassen willst und je nach Partygästen ist das vielleicht eine gute Idee, dann kannst du den Schmuck einfach abreißen. Klar? Nichts war klar. Auf meiner Haut krabbelten tausend Ameisen. Auf was hatte ich mich eingelassen? Klar. Guck mich an. Sitzt die Schminke? Und hey, übrigens Willst du den Goldpuder haben? Auf deiner Haut wirkt das viel besser als bei mir. Ich benutze das eigentlich nie, naja, manchmal, wenn ich mir ein bisschen mehr von einem Typ mehr hoffe. Und wann tue ich das schon mal? Sie hielt mich auf Armlänge entfernt und betrachtete mich. Also, Hühnchen, was machst du heute Abend? Genießen, erwiderte ich robotergleich. Sehr gut. Sie schaute zur Uhr, und wie auf Kommando klingelte es an der Tür. Auf einen Schlag war meine Unsicherheit wie weggeblasen. Er war hier. Ich steckte in diesem Traum von einem Karnevalskostüm, das er mir geschickt hatte. Er würde begeistert sein. Und ich wollte, dass er begeistert war. Ich wollte ihm gefallen. Ich wollte, dass er mich stolz herumzeigte. Ich wollte diesen Abend mit ihm verbringen. Eine Nacht lang an der Seite meines Kavaliere vergessen, wer ich war, was ich hätte erreichen sollen in Venedig und nicht geschafft hatte. Das war genau das, was ich brauchte. Und ganz tief in mir wusste ich, dass er mich vergessen lassen würde, dass egal was passierte, auf der anderen Seite des Traums süßes Vergessen lag. Also gehst du jetzt und machst auf? fragte Sabine, die wie ein Kind von einem Bein auf das andere trat. Ich dachte, das machst du. Vergiss es. Es sei denn, du willst, dass er mich ausführt und nicht dich, Sonnenkind. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen. Die einzige Möglichkeit, wie sie mit ihren Lippen noch meine erreichen konnte, mein Stöckelschuhen sei Dank. Sie gab mir einen lauten Schmatz. Hab richtig viel Spaß und denk zwischendurch mal an mich. Damit schob sie mich zur Tür. Das Sonnenkleid einfach nur zu tragen, war eine Wucht. Sich darin zu bewegen, es bei jedem Schritt, bei jeder noch so kleinen Bewegung, Knistern und Rascheln zu hören, seinen Duft in der Nase zu haben, ein wenig pudrig, ein wenig parfümiert und dabei gehalten zu werden von dem Korsett, das ich darunter trug, war ein Erlebnis. Bellissima Cioccolatina, begrüßte er mich und küsste mich zart auf den Mund. Er trug wieder das Kostüm des Winterkönigs. Nur diesmal hatte er sein Gesicht unter der Maske nicht weiß geschminkt sondern ein zarter silberfarbener Puder bedeckte seine Haut. Kaum hatten seine Lippen meine gestreift, schob er mich auf armes Länge von sich. Seine Augen glühten hinter der Maske, als er mich von oben bis unten begutachtete. Wärme kroch mein Rückgrat empor, wurde zu Hitze, als er seine Hand hob, den Zeigefinger ausstreckte gegen meine Brust. Als ich die 360 Grad vollendet hatte, war seine Miene ebenso unergründlich wie zuvor. Sehr hübsch, murmelte er. Aber es war mehr eine Frage als eine Feststellung. Er ließ die Hand sinken, zog mich an der Hüfte näher an seinen Körper. Mit der anderen Hand tastete er an meinem Oberschenkel entlang, ließ die Hand zwischen meine Beine gleiten, fuhr höher, höher, über den Rand der Strümpfe, bis seine Handfläche flach zwischen meinen Beinen lag. Dort, wo ihn, ungehindert von Stoff oder Spitze, Hitze und erste Feuchtigkeit begrüßten. Endlich erhellte ein Lächeln sein Gesicht. Artige kleine Sklavin, raunte er mir ans Ohr. Und jetzt schon feucht für mich. Zielstrebig schob er die Spitze seines Zeigefingers in mich. Nur ein kleines bisschen. Aber es kostete mich alle Mühe, nicht laut aufzustöhnen. Himmel nochmal. Hinter uns, nur ein paar Schritte entfernt, stand wahrscheinlich Biene an der immer noch einen Spalt weit geöffneten Haustür und drückte sich vor Neugier die Ohren platt. Trotzdem brauchte es nicht mehr als diesen Blick, nicht mehr als diese gewisperten Worte von diesem Fremden, und mein Körper begann zu singen und um sein Lob zu weinen. Gehen wir, Sole Mio. Mach mich stolz. Mit meiner Hand in seiner Armbeuge leitete er mich zu einem Parkplatz, nur wenige Schritte von der alten Tabakfabrik entfernt. Keine Gondel? fragte ich, bemüht, das aufgeregte Flattern in meinem Magen in den Griff zu bekommen. Keine Gondel er führte mich zu einer schwarzen limousine kein ferrari stellte ich ein wenig amüsiert fest natürlich nicht ein geräumiger siebener bmw mit getönten scheiben ein livrierter chauffeur stieg aus und öffnete uns die tür zum fond es war ein wenig umständlich all den stoff der uns umgab ordentlich ins wageninnere zu falten als wir es endlich geschafft hatten hätte es nicht mal die glasscheibe gebraucht um uns von den blicken des fahrers abzuschirmen leise rollte der wagen an wo fahren wir hin, wollte ich wissen. Eine Überraschung, Bellissima. Eine Weile fuhren wir schweigend. Wir nahmen in eine der Ausfallstraßen aus der Stadt hinaus. Der Wagen lenkte durch eine der Mautstationen auf die Autobahn. Hattest du einen guten Tag, Chocolatina? Nicht wirklich. Ich lehnte den Kopf an die Nackenstütze in meinem Rücken. Langsam mischte sich Aufregung mit einem Hauch von Angst. Wohin fuhren wir? Immerhin kannte ich den Schneekönig nicht wirklich und ich war davon ausgegangen, dass wir in der Stadt bleiben würden. Nicht, dass das irgendwas ändern würde. Umgebracht und vergewaltigt zu werden, erforderte kein ländliches Umfeld. Schwarz floss die Nacht an den Fenstern vorbei, bis wir, nur einige Ausfahrten später, die Autobahn wieder verließen. Hast du Angst, Belitzer? Ich zwang meine Schultern dazu, sich zu entspannen. Ein wenig vielleicht. Das musst du nicht. Ich werde auf dich acht geben. Für heute Nacht bist du mein, und ich schütze, was mir gehört. Er griff nach meiner Hand, küsste meine Fingerknöchel jeden einzeln, und mit jedem Kuss fiel ein wenig meine Anspannung ab. Gibt es. Ich suchte nach Worten. Natürlich hatte ich gelesen von Menschen, die diesen Lifestyle verfolgten, aber noch nie war ich einem begegnet. Ganz weit hinten in meinem Kopf bohrte beständig die Frage, ob ich mich nicht übernommen hatte. »Regeln?«, fragte ich schließlich. »Irgendwas, das ich beachten muss?« Ein leises Lachen grollte durch seine Brust. »Sieh, natürlich gibt es die. Aber nur einiges ist wichtig, Beletzer. Mach mich stolz. Alles andere liegt in meiner Hand, meiner Entscheidung. Du musst nur gehorchen und nicht nachdenken.« Lagerhallen und Industriegebäude neben der Straße wurden zu Wiesen. Nachtdunkle Felder, die sich über sanfte Hügel spannten, Schemen von Zypressen in der Ferne. Hier und da ein Haus, beschienen vom Silber des Vollmonds. Gleich sind wir da. Ich klammerte mich an seine Hand und er erwiderte den Druck. Eine kleine Geste nur und doch so unendlich wertvoll in diesem Moment. Wir passierten ein schmiedeeisernes Tor. Dahinter begann eine zypressenbeflankte Allee, der wir einige Minuten folgten, bis sich auf einem Hügel ein Haus abzeichnete wobei Haus ein unzureichender Begriff war. Es war eine Villa, gebaut in dem typischen kantigen Baustil Venetiens, mit einem flachen Satteldach und einem etwas höheren Mittelschiff, an das sich rechts und links zwei weitere Flügel anschlossen. Drei rein rundbogenfenster. Nur aus dem Erdgeschoss schwamm warmes Licht. Der Kies des Vorplatzes knirschte unter den Reifen, als der Wagen zum Halten kam. Die Tür an der Seite meines Kavaliers öffnete sich. Er stieg aus, umrundete den Wagen und half mir dabei, mein Kleid schadlos aus dem Wagen zu heben. Danke, Stefano, sagte er an den Fahrer gewandt. Dann reichte er mir die Hand zum Aussteigen. Meine Knie drohten unter meinem Gewicht nachzugeben, als wir uns zwischen Marmorstatuen und kugelig geschnittenen Buchsbäumchen dem säulengeschmückten Eingang näherten. Aber schon war da seine Hand auf meinem Rücken, die mich hielt, mich führte. Ganz ruhig, Cioccolatina. Es ist nur ein Traum. Unter dem pompösen Balkon im ersten Stock der Villa führte eine doppelflügelige Eichenholztür ins Innere. Wachen standen rechts und links der Tür, angetan in schwarzen Umhängen, mit schwarzen Hosen und ebenso schwarzen Hemden darunter. Einzig die goldenen Halbmasken über ihren Augen boten einen Kontrast zu all der Dunkelheit. Einer riss die Tür für uns auf, während der andere eine kleine Verbeugung andeutete. Patrone. Der Kavaliere antwortete mit einem Kopfnicken, und im nächsten Moment standen wir im Inneren einer großen Halle. Ein Meer aus Kerzen in einem überdimensionalen Deckenkronleuchter beschien weiß getünchte Wände und den Marmorfußboden mit kunstvollem Mosaik. Ich erkannte, dass die Fenster bleiverglast waren, glitzernd in allen Farben des Regenbogens. Ein tiefer roter Teppich. Mit goldfarbenem Saum führte von der Halle über eine imposante Freitreppe in das erste Obergeschoss. Auch rechts und links führten zwei Mann große Flügeltüren in angrenzende Räume. Wir betraten keine davon. Stattdessen führte mich der Kavaliere in einen Alkoven an einer der seitlichen Wände, in den ein Schreibtisch eingelassen war. Hinter diesem Schreibtisch saß ein weiterer der maskierten Düsterlinge, wie ich sie schon am Eingang gesehen hatte. Redinverno! begrüßte dieser meinen Begleiter. agaccio Wieder dieses Nicken. Freunde großer Worte war man hier offenbar nicht. Wir haben uns sehr gefreut, deine Anmeldung zu erhalten. Du hast eine Begleitung mitgebracht? Eine wunderschöne, wie ich meine. Mir fiel sehr wohl auf, dass sie über mich redeten, als wäre ich gar nicht da. Seltsamerweise machte mir das nichts aus. Viel zu sehr genoss ich das Kompliment meines Kavaliers und das berauschende Bewusstsein in seiner Nähe. Sie, ganz ohne Frage. Doch wird sie den Anforderungen gerecht werden? Sie wird. Determiniertheit lag jetzt in seiner Stimme, und mein Magen machte einen Satz in Richtung meiner Fußsohlen. Anforderungen? Mir war nicht klar, dass man Anforderungen zu erfüllen hatte, um sich herumkommandieren zu lassen. Ein wenig Hochmut lag in dem Lächeln, mit dem der andere die Antwort des Schneekönigs quittierte. Wir werden sehen. Die Inspektion findet in 20 Minuten statt, im runden Saal. Der Prinzipale ist sehr gespannt auf deine kleine Sklavin. Bis dahin könnt ihr euch ein wenig umsehen. Deine Sklavin? Das Wort, ausgesprochen von einem anderen als meinem Kavaliere, hinterließ Bitterkeit auf meiner Zunge. Ich wusste plötzlich nicht mehr, ob ich das wirklich wollte. Das hieß, doch, ich wollte das. Die Atmosphäre hier sang zu mir, ähnlich intensiv wie die leisen Klänge, die durch die geöffneten Türen der Nebensäle drangen. ätherische Gesänge, rauschende, fliegende Töne. Aber würde ich es auch schaffen? Ich kann dir versprechen, dass der Prinzip nicht enttäuscht sein wird. Der Kavaliere legte eine Hand in meinen Nacken, sein Griff nicht zart, sondern bestimmt. Es war egal, fiel mir auf. Es war egal, ob ich es schaffen würde oder nicht, ob ich mich übernommen hatte. Er hatte entschieden. Er hatte entschieden, dass das hier genau das Richtige für mich war, und es gab nichts, was ich tun könnte, als seine Entscheidung zu akzeptieren. Die Hand in meinem Nacken wurde zu meinem Anker in einem Meer aus Sinneseindrücken. Hätte er mich nicht festgehalten, wahrscheinlich wäre ich geflohen. Die Szenerie war beeindruckend, aber ebenso beängstigend. Genau wie die große Halle waren auch die anschließenden Säle prunkvoll ausgestattet. Kaum elektrisches Licht. Kerzen und Fackeln hüllten die Ausstattung und die Menschen in den Räumen in flackerndes Licht, ließen alles unwirklich erscheinen, beinahe ein wenig schemenhaft. Tatsächlich wie in einem Traum. Die Männer, ich nahm an, dass es alles Männer waren, waren allesamt maskiert. Zumeist angetan in dunklen Umhängen, hier und da ein lustvolles Rot. Mein Schneekönig stach hervor mit seiner silbrig-weißen Attire, ebenso wie ich in meinem Sonnenkleid wobei es an meiner Stelle weniger an dem Kleid lag, als vielmehr an der Tatsache, dass ich es noch trug, das mich von den anderen Frauen abhob. Die meisten von ihnen waren nackt, abgesehen von den Augenmasken, die auch sie trugen. Manche zierten Halsbänder oder Handmanschetten. Manchen war zumindest noch ein minuskular String geblieben oder Bodypainting, das die Spitzen ihrer Brüste bedeckte oder ihre Scham. Allen von ihnen war gemeinsam, dass sie nicht unbegleitet durch die Villa streunten, sondern immer, genau wie ich, in Begleitung ihres Patrones waren, wie sich die Männer gegenseitig ansprachen. In der Luft lag eine schwere, moschusartige Süße, die subtil betont wurde von dem Geruch nach Bienenwachs und Rauch. Wir kamen an einem Bett vorbei, kreisrund und mit blutrotem Samt bespannt, auf dem sich eine Gruppe Feiernder amüsierte. Mindestens drei Männer erkannte ich, deren nackte Körper sich um mehrere Frauen, zwei meinte ich zu sehen, wandten. Ein Gebilde entstand, das pulsierte und schwitzte, als wäre es ein einziges Lebewesen mit tausend Armen und Beinen, das gemeinsam stöhnte und schrie und atmete. In einer Ecke sah ich ein Andreaskreuz. Arme und Beine weit gespreizt war eine Frau daran gekettet, im Kostüm ihrer Geburt, nur bekleidet mit einer Federmaske und einem goldglänzenden, kleinen, mit den Flügeln schlagenden Schmetterling über der Spitze ihres Geschlechts. Mir wurde heiß mit so einem ding hatte der kavaliere mich in der vergangenen nacht zur explosion gebracht seine hände waren zärtlich dabei gewesen hatten mich gehalten gestützt vor dieser frau hatte sich ihr herr aufgebaut mit einer langen einschwänzigen peitsche in der hand jedes mal wenn sich das leder der peitsche auf ihre haut brannte schrie sie wachsende verzweiflung und explodierende lust waren gleichermaßen sichtbar in ihrer miene und in der anspannung ihres körpers Schlimmer noch als die Schreie der Frau war das Knallen der Peitsche, das furchteinflößende Zischen, mit dem sie die Luft zerschnitt und jeden Schlag so beinahe auch auf meiner Haut spürbar machte. Ich hatte kaum bemerkt, dass ich stehen geblieben war, gefangen in dem Anblick, schockgefrostet von dem Schmerz, den ich meinte, auf meinem eigenen Körper fühlen zu können. Was ist das hier? Meine Frage nicht mehr als ein Hauch. Sein Atem an meinem Ohr war so heiß, dass ich glaubte, ohnmächtig werden zu müssen, als er seine Lippen an meine Schläfe brachte. Das hier, Ragazza del Sole, ist die Villa delle Fantasie. Ein Ort, an dem Träume wahr werden. Ein Ort für Lust und Leidenschaft ohne Reue. Die Frau! Ich konnte meinen Blick nicht von der Armen an dem Kreuz nehmen. Auch jetzt nicht, als ihr Körper verkrampfte und Schauer über ihren Bauch rannen. Als ihre Schreie sich endgültig von Schmerz zur Lust wandelten und sie gebeutelt wurde von einem Orgasmus, von dem es selbst den Zusehenden schwindelig wurde. Sie genießt, was mit ihr geschieht. Für manche ist der Schmerz das Chili in der Lust, ein Gewürz, nur eine Zutat von vielen. Für andere, er deutete auf die Frau am Andreaskreuz, ist er das Hauptgericht. Nicht jeder ist gleich, nicht wahr? Sieh genau hin. Sieh, wie er die Peitsche führt. Dieser Patrone arbeitet seit vielen Jahren mit der Peitsche. Er kann sie knallen lassen, so dass sie deinen Ohren mehr wehtut als der Haut dieser Frau. Oder er kann sie so führen, dass sie Schmerzen zufügt, aber keine Verletzungen. Und seine Sklaven vertraut ihm. Sie vertraut ihm blind, weil sie weiß, dass er sie sieht. Er sieht, was sie braucht, und sie weiß, dass er ihr gibt, was sie braucht, ohne dass sie ihn darum bitten muss. Es ist seine Entscheidung, ihre Unterwerfung. Sie verstehen einander, geben einander. Ich. Ich schüttelte den Kopf. Das alles. Ich verstand das nicht. Ich will das nicht. Nein, Schokoladiner. Du willst das nicht. Dein Körper sehnt sich nach anderen Köstlichkeiten. Sein Lachen vibrierte an meiner Schläfe. Dann verfestigte sich sein Griff in meinem Nacken so lange, bis es fast schmerzte und die Hitze des Schmerzes von meinem Haaransatz herabrieselte, über meine Schultern, meine Brüste und sie singen ließ unter seiner Berührung. Gehen wir. Der Prinzipale erwartet uns. Die Inspektion, ich erinnerte mich. Der Mann im Alkoven hatte das erwähnt. Die Ahnung begann in meinem Bauch zu wühlen, dass eine Inspektion an diesem Ort, diesem Tempel der Perversionen, nichts mit Autos zu tun hatte oder Steuerprüfern. Das Flattern in meinem Inneren wurde stärker, verdichtete sich zu einem Pochen und Fringen. Doch noch etwas Seltsames geschah. Mit jeder Blüte, die die Nervosität trieb, spross auch die Neugier. Meine Lust an diesem Ort, meine Erwartung. Das war nicht brav. Das war auch nicht anständig. Und ganz bestimmt nicht das, was die Tochter einer alten, ehrwürdigen Familie tat. Aber es war lebendig und aufregend, pervers und verboten. Und ganz und gar ich. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so lebendig gefühlt. Durch die beiden Räume, die wir uns angesehen hatten, führte mich der Kavaliere zurück in die Halle. Wir nahmen die große Freitreppe in den ersten Stock und hielten vor einer verschlossenen Tür direkt am obersten Treppenabsatz. Zieh deine Schuhe aus, befahl der Kavaliere, nicht sehr laut, aber dafür umso eindringlicher. Ich streifte die hochhackigen Sandalen von meinen Füßen. Er klopfte an die Tür und es wurde von innen geöffnet. Im ersten Moment sah ich nur schwarz, eine Menge schwarzer Umhänge, deren Träger Rücken an Rücken standen, uns abgewandt in einem großen Kreis. Einer der uniformierten Türwachen, wie ich sie nun schon öfter gesehen hatte, hatte einen großen, goldenen Stab in der Hand, mit dem klopfte er bei unserem Eintreten auf den Boden. Pock, Pock, Pock. In meinen Ohren begann das Blut zu rauschen. Der Reden Werno, verkündete er mit einem tiefen, samtigen Bass. Mit seiner Sklavin. Eine Gasse tat sich auf zwischen den Leibern der Bemäntelten. Ein Murmeln und Raunen und von irgendwo aus versteckten Lautsprechern darüber nur ganz leise die Klänge von gregorianischen Gesängen. Durch das Meer aus Schwarz tanzten wir wie zwei Funken aus Gold und Silber. Wir wandelten durch die Gasse, die sich zwischen anonymen, gesichtslosen Leibern gebildet hatte und sich direkt hinter uns wieder schloss, kaum dass wir einen Schritt vorgetan hatten. Ich fühlte die Augen auf mir. Unzählige Blicke, die brannten und stachen. Mein Herz klopfte so laut, dass das Gewisper verschwand. Nur noch Erwartung war in meinem Kopf. Inmitten der Fremden war ein Kreis ausgelassen mit einem Radius von sechs Metern vielleicht und an der Kopfseite, der Seite, die ich zuvor nicht gesehen hatte, weil sie von den Anwesenden verstellt war, stand auf einem schnörkellosen Podest ein Thron. Darauf, umgeben von einer Präsenz, wie ich sie noch nie erlebt hatte, saß der, der fraglos der Principale sein musste. Sein Kostüm ließ das meines Schneekönigs geradezu harmlos wirken. Schillernd in allen Farben ergoss sich Lage um Lage an glänzendem Organza in einem Umhang, der weit war, aber sonderbarerweise den Körper darunter nicht verbarg, sondern betonte. Er trug eine Vollgesichtsmaske aus funkelnden Diamanten. Nur seine Hände waren unbedeckt, und an seinem Finger prangte ein auffälliger Ring, mit einem tropfenförmigen Rubin in der Mitte, der umkränzt war mit der gleichen Art von Diamanten, aus denen auch seine Maske gearbeitet war. Mein Herz blieb beinahe stehen. Das Dröhnen der Ledersohlen meines Begleiters auf dem Marmor des Bodens pulsierte in meinen Ohren. Bis auf drei, vier Schritte näherten wir uns dem Thron, als der Kavaliere plötzlich stehen blieb, die Hand von meinem Nacken nahm und sich verneigte. Principale, sagte er, und der klare, distinguierte Schliff seines Baritons jagte mir Schauer der Antizipation über den ganzen Körper. Was musste das für ein Mann sein, vor dem mein Winterkönig den Kopf senkte? Eine Weile sagte keiner etwas. Lauter drang die Musik in meinen Kopf, die Blicke und die Anwesenheit der anderen. Dann, endlich, sprach der Prinzipale. Du hast eine Uneingeweihte in unsere Hallen gebracht. Das habe ich. Er regte sich. Wieder landete seine Hand in meinem Nacken. Seine Finger gruben sich in mein Haar und zogen daran. Unwillkürlich reagierte ich. Ich verstand ihn. Mein Körper verstand seinen Befehl, auch wenn mein Hirn abgeschaltet war und benebelt von der ganzen Surrealität der Situation. Schau nach oben, sagte er mir. Mach mich stolz. Ich legte den Kopf in den Nacken, bot meine Kehle dar. Sie ist hübsch, konstatierte der Prinzipale. Eine schöne, stolze Sklavin. Aber wird sie unseren Ansprüchen gerecht? Langsam erhob er sich von seinem Thron. Seine Miene war nicht zu deuten unter der Maske. Der Funkenregen, den die Diamanten versprühten, blendete meine Augen. Innerlich zitterte ich, aber die Hand des Schneekönigs in meinem Haar hielt mich. In meinen Brüsten begann es zu pochen. Auf Armlänge an uns herangetreten, blieb der Prinzipale stehen. Er griff nach meinem Kinn, drehte mein Gesicht ein wenig nach rechts als wäre ich eine Ware, die er begutachtete. Ich presste meine Lippen zusammen, weil ich Angst hatte, dass er das Beben bemerken könnte. Er legte seine Handfläche flach auf meinen Hals, strich meine Kehle hinunter. Ich schluckte schwer. Ein leises Aufatmen gönnte ich mir, als er die Hand von meiner Haut nahm und, ohne sich umzudrehen, zwei Schritte zurücktrat. Mach weiter, befahl er. Ich ballte die Hände zu Fäusten. Es war so schwer stillzustehen, als der Kavaliere nun hinter mich trat. Niemals nahm er die Hand von mir, auch nicht, als er mit der anderen Hand nach dem Reißverschluss meines Kleides im Rücken griff und ihn nach unten zog. Seine Hände strichen wieder empor, berührten die nackte Haut meiner Schultern und streiften den Stoff zur Seite, bis er rücksichtslos daran zog und das Kleid in einer rauschenden Wolke aus Gold um meine Knöchel gefächert zum Liegen kam. Mit sanftem Druck umfasste er meine Schultern und dirigierte mich nach vorn einen Schritt hinaus aus der Stoffwolke. Du bist atemberaubend, Beletzer, wisperte er mir ins Ohr, während er mich führte, sein Mund so nah an meinem Ohr, sodass ich wusste, dass er nur zu mir sprach. Der Principale neigte den Kopf ein wenig, betrachtete mich, begutachtete meinen Körper in dem cremeweißen Korsett. Auf meinem entblößten Geschlecht ruhte sein Blick einen Herzschlag länger als auf anderen Stellen meines Körpers. Hinter mir trat der Schneekönig näher an mich heran, so nah, bis ich seine Brust an meinem Rücken fühlte und die Wärme seines Körpers selbst durch den Stoff seines Kostüms hindurch. Bebend lehnte ich meinen Kopf an sein Schlüsselbein. Ich brauchte das. Seine Nähe, der einzige Halt in dieser Inszenierung, deren Mittelpunkt ich war, ob ich es wollte oder nicht. Da stand ich, entblößt und begutachtet, die Scham so greifbar auf meiner Haut, aber auch das Vibrieren, das mein Innerstes weich machte und fließend. Ist sie trainiert? Mit einem Ruck hob der Prinzipale seinen Blick von meinem Geschlecht, fixierte ihn jetzt auf meinen Oberkörper, redete mit dem Winterkönig, ohne den Blick von mir zu nehmen. Meine Haut glühte. Sie ist talentiert. Wie um seine Antwort zu betonen, strichen die Hände des Schneekönigs von meinen Schultern über meine Schlüsselbeine. Er fuhr meine Seiten hinab. Der Edelstoff des Korsetts, kaum eine Barriere für seine Berührung, wieder hinauf über meine Brüste. Blicke lagen auf mir, während das geschah. Unzählige Augen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie einer der Mantelträger in der ersten Reihe seine Hand unter seinen Umhang schob und der Stoff begann, sich rhythmisch zu bewegen. Plötzlich war mir, als würde ich zahlreiches Stöhnen hören, Grunzen, Hecheln. All die Töne zogen sich zusammen, drückten sich auf meine Haut, intensivierten jede noch so kleine Berührung des Kavaliere auf meinem Körper. Das war, ich wollte das nicht. Und ich wollte es doch. Ich wollte es noch viel mehr, als seine Fingerspitzen den Weg unter die Oberkante meines Korsetts fanden, sich weiter schoben und weiter, bis er unter meine Brüste greifen konnte und sie aus dem Korsett hob, bis sie entblößt waren und von den Körbchen nach oben gedrückt. Ich dachte, meine Knie würden unter mir nachgeben. Aber er hielt mich. Er hielt mich und präsentierte mich, und ich schwelgte in dem Gefühl, das für ihn tun zu können. Meine Nippel waren hart, aufgerichtet und rund wie zwei Erbsen. Ich wimmerte ein wenig, als er anfing, an ihnen zu zwirbeln. Sofort unterbrach er die Liebkosung. Sei still, rügte er mich, laut genug, dass alle es hörten. Eine kleine Explosion detonierte hinter meinen Augen, ließ mich Sternchen sehen. Hm machte der Principale, seine Stimme nur ein blechernes Echo unter der Maske. Seine Hand hob sich ein wenig. Darf ich? Natürlich, sagte der Kavaliere in meinem Rücken, und bevor ich verstand, was geschah, rammte mir der Principale einen Finger in den Körper. Instinktiv wollte ich zurückweichen, aber es ging nicht. Wie in einem Schraubstock hielt der Arm des Winterkönigs meinen Körper an seinem. Seine Füße hatten sich zwischen meine geschoben, seine Knie drückten meine auseinander und verhinderten, dass ich die Beine zusammenpressen konnte. Die Scham brannte fast schlimmer als die Lust, während der Prinzipale seinen Finger in mir bewegte, drehte und wand und ich meinen Körper hasste dafür, dass die Bewegung dieses Fremden ohne Widerstand gelang, weil ich feucht war und glitschig. Schneller noch als es begonnen hatte, war es vorbei. Der Prinzipale zog seinen Finger aus mir zurück, hob ihn vor mein Gesicht. Nässe glitzerte beinahe so intensiv auf seinem Finger wie die Diamanten auf seiner Maske. Talentiert, in der Tat. Wie weit kannst du sie bringen? Soweit du willst. In der Stimme des Winterkönigs war nichts als grenzenloses Selbstbewusstsein zu hören. Angst zog meinen Magen zusammen. Ich ahnte, worauf das hinauslief. Oh Gott, bring es zu Ende. Der Befehl ließ endgültig Schwärze vor meinen Augen flirren. Mit dem größten Vergnügen. Elektrizität kribbelte auf meiner Haut. Angst, Unglauben, Lust. Der Raum um mich zog sich zusammen. Ich konnte das nicht. All die Leute, der Prinzipale, ich... Ruhig, Chocolatina. Ich mache es schnell, und dann ist es vorbei. Seine Stimme lockend, beruhigend, leise wispernd, während seine Füße, meine Beine noch ein wenig weiter auseinanderschoben. Seine Rechte griff nach unten in meine Nässe. Lockend fuhr er meine Schamlippen entlang. Benetzte sich mit meiner Lust, sein linker Arm immer noch fest um meine Brust geschlungen, mich haltend, befehlen. Lass es einfach geschehen. Sein Finger tauchte in mich. So viel weicher als zuvor der Prinzipale. Ein Locken, genau wie seine Stimme. Und mein Körper reagierte, antwortete auf seine Zärtlichkeit, ließ ihn ein. So wie er mit meinem Körper tanzte, so tanzte meine Lust mit ihm. Mit dem Daumen fand er meine Klitoris, drückte, rieb, bis sie größer wurde, anschwoll, sich seiner Berührung entgegenstreckte. Die Augen des Principale brannten auf meiner Haut. Das Drängen der Finger an meinem Schoß wurde nachdrücklicher. Sie lockten nicht mehr, sie befahlen. Das Glühen begann. Erst in meinem Kitzler, dann in meinem ganzen Unterleib. Es würde passieren. Ich wusste, dass es passieren würde, vor all den Augen. Und ich wusste dass ich das nicht wollte. Nein. Ich versuchte seinem Griff zu entgehen. Und wenn es nur ein wenig war. Nur so wenig, dass ich selbst entscheiden konnte darüber, was ihm mein Körper gab und was nicht. Doch. Er drehte den Finger in mir ein wenig, nahm einen zweiten dazu, dehnte mich, suchte, fand diesen geheimnisvollen Punkt in mir. Mir wurde schwindelig und heiß und kalt alles auf einmal. Mit der freien Hand hielt er mich fest wie in einem Schraubstock. Lass dich fallen, Piccola, raunte er mir ins Ohr. Unterwirf dich. Sein Daumen drückte, rieb, drängte von unten auf meine Klitoris und sein Finger in mir massierte. Ich brannte, stand lichterloh in Flammen und das Feuer breitete sich aus, bevor es meinen Körper auseinanderriss in tausend funkelnde Teile. Ich bebte und zitterte in seinen Armen, während seine Finger mir immer weitere Schauer abrangen. Erst das Lachen des Prinzipale unterbrach seinen Angriff. Und holte mich ein Stück zurück auf die Erde. Nicht schlecht. Du kannst sie behalten. Damit wandte er sich ab und ging zurück zu seinem Thron. Ich zitterte ganz erbärmlich und plötzlich war mir schrecklich kalt. Sein Lachen war eisig gewesen und so herablassend. Nicht schlecht. Und dafür das alles? All die Scham, die Bloßstellung? Das Zittern wurde so stark, dass meine Zähne aufeinander schlugen. Nur ganz entfernt nahm ich wahr, wie auch die Mantelträger sich entfernten. Ich wollte nicht mehr hier sein. Arme um meinen Körper, die mich hielten, und ein Duft, den ich kannte: exotische Gewürze und Champagner. Gut gemacht, Schokolatiner. Komm, ruh dich ein wenig aus. Die erste Hürde hast du geschafft. Ich halte dich fest. Ich schmiegte mich in seine Umarmung. Hier war es warm und sicher. Die schreckliche Welt um uns herum spielte für einen Moment keine Rolle mehr. Niemand beachtete uns, als wir die Freitreppe wieder nach unten gingen. Die Kavaliere schien es nicht eilig zu haben. Seine Hand in meinem Rücken war warm und sicher. Ich drehte den Kopf, um ihn anzusehen. Um seine Lippen spielte ein versonnenes Lächeln. Ohne meinen Blick zu erwidern, sagte er: Tesoro mio, schau auf deine Füße, damit du nicht fällst. Ich mag es nicht, wenn mein Eigentum beschädigt wird. Sein Eigentum beschädigt. Es hätte mich abstoßen sollen, so tituliert zu werden, wie eine Sache, ein Ding. Doch das tat es nicht. Ganz im Gegenteil. Es gab mir ein tröstendes Gefühl von Sicherheit. Wenn ich sein Eigentum war, bedeutete das, dass niemand hier mich anfassen würde? Oder sogar mehr mit mir tun durfte? Gut, schränkte ich ein, niemand außer dem Prinzipale, aber der schien ja sowieso jenseits von Gut und Böse zu existieren. War das nicht auch Sachbeschädigung, wenn jemand sich an seinem Eigentum vergriff? Ich klammerte mich an den Gedanken, ebenso wie an seine Nähe. Am Fuß der Treppe drängte er mich nach links, wo unter hellen, aber nicht blendenden Scheinwerfern ein Buffet aufgebaut war. Kleine Häppchen. Und ich fragte mich, wieso der himmlische Duft, der von all den Sachen ausging, nicht im ganzen Haus hing. Der Kavaliere schob sich eine zierliche Pastete zwischen die Lippen und grinste. Cleveres Design bei der Lüftung, Schokolata. Alles eine Frage der Technik. Bedien dich. Ich. ich sah an mir herunter. Das Kleid war im Büro des Principale geblieben. Der Rand des Korsetts drückte meine Brüste hoch, die Nippel hart und dunkel. Hitze schoss mir ins Gesicht. Ich kann nichts essen. Er tupfte sich mit der Stoffserviette die Lippen ab und sah auf mich herunter. Dann plötzlich umschlossen dieselben Lippen meine linke Brustwarze und saugten besitzergreifend, mit einer unwiderstehlichen Selbstverständlichkeit. Ich schnappte nach Luft und sah panisch in die Gesichter um uns herum, aber niemanden schien zu interessieren, was er tat. Er hob den Kopf. »Kiarina«, flüsterte er und legte einen Finger unter mein Kinn. »Sieh dich um. Du bist die einzige Sklavin in diesem Raum, die überhaupt noch Kleidung trägt. Und das beabsichtige ich bald zu ändern, aber für den Moment. Niemand richtet dich für das, was du bist, niemand urteilt.« nicht hier. Ich bin keine Sklavin. Meine Stimme bebte. Wie konnte er so etwas sagen? Hatte er gar kein Verständnis von politischer Korrektheit? Du bist meine Sklavin. Ich werde dich hier heute Abend genießen, alles von dir. Und dafür brauchst du Stamina, Bekula mia. Ich möchte, dass du etwas isst. Selbst wenn ich könnte, in dieses Korsett passt kein Gramm mehr rein. Seine Lippen wurden schmal und hart. Das können wir ändern, sagte er, die Stimme kalt wie Eis. Er wandte sich von mir ab, ging zur Seite des Buffets, wo Teller gestapelt waren. Nur wenige Schritte zwischen uns, aber seine plötzliche Kälte ließ mich schlottern. Ich überbrückte die Entfernung mit wenigen Schritten und vergrub meine Hände in seinem Winterkönigmantel. Er sagte nichts, drehte sich nicht einmal um. Er war damit beschäftigt, Köstlichkeiten auf den Teller zu legen. Aber ich hörte einen leisen, tiefen Laut durch den Körper unter dem Mantel vibrierte, es klang wie Zufriedenheit. Und er wehrte mich nicht ab. Folge mir, sagte er. Immer einen Schritt hinter mir und ein wenig zur Seite. Die Augen auf den Boden. Seine Stimme, immer noch sehr streng, duldete keinen Widerspruch. Er nahm eine halbliter Flasche Mineralwasser aus einem Eiskühler und steuerte zur anderen Seite der Tanzfläche, wo Tische und Stühle zu einer kleinen Sitzgruppe arrangiert waren. Er begrüßte zwei maskierte Männer in farbenfrohen Kostümen an einem der Tische, setzte Teller und Flasche ab und wandte sich endlich wieder mir zu. Er nahm mein Kinn in seine linke Hand, fuhr mit der Fläche seines Daumens über meinen Mund und teilte meine Lippen, um mich ausgiebig zu küssen. So gründlich, dass sich meine Zehen zusammenrollten. Ich drängte mich seinem Mund entgegen und wollte ihn anfassen aber ich fing mit Leichtigkeit meine Hände und hielt sie an meinen Seiten fest. Wem gehörst du heute Nacht, Chocolatina? Dir, flüsterte ich atemlos. Ich wollte mehr von diesen küssen. Ich war den Tränen nah. So sehr sehnte ich mich nach seinem Mund auf meinem. Wem willst du heute Nacht gefallen? Dir. Mein ganzer Körper schmerzte. Für wen wirst du alles tun, was er von dir verlangt, Piccola? Herz, Puls, Atem, alles raste. Meine Haut sang. Für dich. Auf die Knie, flüsterte er mir ins Ohr, im gleichen Augenblick, als er sich auf den freien Platz neben einem der anderen beiden Männer auf der Couch fallen ließ. Irritiert sah ich mich um. Die Augen zu mir. Er klang nicht streng, eher amüsiert. Und mit einer Hand wies er auf den Boden zu seinen Füßen. Jetzt, Piccola. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, dass auch zu Füßen der anderen beiden Männer an unserem Tisch Frauen knieten, nackte Frauen. Eine von beiden trug ein Halsband mit einer Kette daran. Ich schluckte schwer und ließ mich so grazil wie möglich auf die Knie sinken. Näher, verlangte er, sehr ruhig und sehr kontrolliert. Ich rutschte zu ihm hin, dankbar dafür, dass die Sitzgruppe auf weichem Teppich arrangiert war. Die Frau mit dem Halsband drehte ihren Kopf zu mir und wurde von ihrem Herrn so heftig dafür gerügt, dass die Kette klirrte und ich zusammenzuckte. Wie nebensächlich zog der Mann seine Sub zu sich heran und wandte sich dabei an meinen Winterkönig. Mir brauste es so sehr in den Ohren, dass ich ihren Dialog nicht verstehen konnte. Der Kavaliere lachte leise, beugte sich zum Tisch und nahm sich ein Häppchen vom Teller. Ich sah zu ihm auf. Er legte die Finger einer Hand um meine Wange und erwiderte meinen Blick. Ein weicher Zug um die schmalen Lippen. Sehr gut, Picolina, sagte er, nahm ein Reisbällchen und hielt es mir an die Lippen. Mach den Mund auf und keine Diskussion mehr. Der Geschmack explodierte auf meiner Zunge. Exotisch scharf gewürztes Risotto. Ich lehnte mich nach vorn und er hielt mir die Hand hin, mit der er mich gefüttert hatte. Er hob auffordernd die Augenbrauen und ich begann, seine Finger abzulecken, an denen der köstliche Geschmack haftete. Er lächelte. Sie ist talentiert, sagte der Dom neben ihm, der mich interessiert beobachtete. Das ist sie in der Tat. Der Kavaliere schob sich ein Blätterteigröllchen in den Mund, beäugte, was sonst noch auf dem Teller lag, und bot mir eine Mini-Samosa an. Sie mag das Exotische, kommentierte er und schmunzelte. Der andere lachte leise. Teilen Sie, Padrone? Ich zuckte zurück. Aber der Kavaliere schloss geistesgegenwärtig seine Hand um meinen Nacken und hielt mich fest. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Unerfahren, bemerkte der dritte Mann am Tisch, dessen Sub mit der Stirn an seinem Knie lehnte und beinahe hörbar schnurrte. Ja, sagte der Kavaliere, ohne Reue oder Rechtfertigung in der Stimme. Er legte lediglich einen Fakt dar. Sie ist ganz neu, und ich werde sehen, wie weit ich mit ihr gehen kann. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, und ich sah zu ihm auf, aber ich bezweifelte, dass er durch die Maske das Flehen sehen konnte, das ich in meinen Blick zu legen versuchte. Seine Finger lösten sich von meinem Nacken und strichen über meine Schulter. Nicht der Welpenblick, Piccola, der hilft dir heute Abend nicht. Ich entscheide. Er griff mit der anderen Hand unter seinen Mantel und holte etwas hervor. Ich fühlte, wie sich meine Augen weiteten. Es war ein Halsband, wie das, das die Sub des anderen Mannes trug. Nicht mit einer Kette daran, sondern mit einer Leine aus schwarzem Leder. Er spreizte die Knie und bedeutete mir, noch näher zu kommen. Ich kämpfte gegen den Fluchtinstinkt und rutschte zwischen seine Beine. In unserer Szene ist das Halsband das Zeichen von Eigentum, erklärte er. Du hast davon gehört? Ich nickte und kämpfte um Haltung. Ja, Signore. Er lächelte. Das klingt sehr schön, Piccola. Warum macht dir das Halsband Angst? Weil ich kein Hund war? Nur um mal mit dem Offensichtlichsten anzufangen? Ich konnte nicht sprechen, senkte den Kopf, sah auf meine Finger. Er legte eine Hand unter mein Kinn, hob meinen Blick zu sich, ließ die Finger an meinem Hals hinabstreifen. Sein Daumen blieb für ein paar Sekunden auf meinem Kehlkopf liegen, während er mich musterte. Es ist vorübergehend, sagte er. Ich sehe, es macht dir Angst, weil du glaubst, ich mache einen festen, untrennbaren Anspruch auf dich gültig. Aber es ist ein einfaches Halsband, Chocolata. Nur eines, das den anderen hier heute Abend sagt, dass du mir gehörst und niemand dich ohne meine Erlaubnis anfassen darf. Am Ende dieser Nacht nehme ich dir das Halsband wieder ab. Es ist nicht permanent, verstehst du? Ich nickte, und ohne mein Zutun griffen meine Hände nach seinen Armen. Er erkannte offenbar mein Bedürfnis, mich abzustützen, und ließ mich gewähren. Ich kann sehen, dass der Gedanke, dass du hier auch für andere zur Verfügung stehst, dich verängstigt, Piccola. Das ist gut und richtig, verstehst du? Ich will, dass du dich ein bisschen davor fürchtest, was hier heute Nacht passieren kann. Manches davon wird passieren, das sollst du wissen. Und manches wird nicht passieren. Aber es ist nicht deine Entscheidung, es ist meine. Deshalb trägst du mein Halsband. Es ist zu deinem Schutz und auch dafür, dass du nicht vergisst, dass du mein Eigentum bist und ich mit dir tun und lassen kann, was ich will und es tun werde. Meine Finger in seinen Armen krümmten sich krallten sich in den Stoff, während ich nach Luft rang. Wieder brannten Tränen in meinen Augen. Ich war nie eines dieser sentimentalen Frauchen gewesen. Aber mit ihm und in diesem Sündenbabel spielten meine Hormone vollkommen verrückt. Ständig schwankte ich zwischen Abscheu und Faszination. Zwischen dem Wunsch zu gefallen und der Stimme der Vernunft, die mich an all das erinnerte, was eine anständige und emanzipierte Frau zu tun hatte und was nicht. Er lachte leise. Legte in einer schnellen und schmerzlosen Bewegung das Samtband um meinen Hals und schnallte es fest. Er fuhr mit zwei Fingern darunter und prüfte, dass es nicht zu stramm saß, machte ein zustimmendes Geräusch tief in seiner Kehle und reichte mir schließlich die Wasserflasche. Trink etwas, Piccola. Wer so jabst wie du, der dört aus. Der andere Mann lachte wieder und tätschelte den Kopf seiner Supp. Ich leerte die halbe Flasche mit einem Zug. Tatsächlich fühlte ich mich danach etwas besser. Ich gab ihm die Flasche zurück. Er stellte sie auf den Tisch und sah mich dann ernst an. Umdrehen, befahl er ruhig. Ich rutschte auf meinen Knien herum, bis ich mit dem Rücken zu ihm saß. Das war keine gute Idee. Der Raum war voller Menschen. Sie bildeten einen weiten Kreis, fiel mir beim genauen Hinsehen auf. Niemand sah zu uns herüber. Alle schienen auf einen Punkt in der Mitte der Tanzfläche fixiert. Der Dom neben dem Kavaliere ruckte an der Kette seiner Sklavin und stand auf. Beide gesellten sich zu den anderen Menschen. Nur wenig später waren wir ganz allein, weil auch das andere Pärchen sich dorthin begab. Kostümierte oder schwarz Männer, an deren Seite sich halb oder ganz nackte und ausnahmslos faszinierend aussehende junge Frauen schmiegten. Was ist dort? wagte ich zu fragen. Wo? fragte er desinteressiert zurück. Dann begann er, die Schnürung meines Korsetts zu lösen. Im Reflex griff ich nach dem sich lockernden Stoff. Die Hände runter, schokoladiner sonst muss ich dich fesseln, sagte er, ohne die Stimme zu heben. Ich ließ die Hände sinken. Es war ja egal, weil uns doch niemand beachtete. Er beugte sich nach vorn und küsste meine Schulter. Seine Finger glitten zu den Strumpfhaltern und lösten die Strümpfe. Du meinst, dort auf der Tanzfläche? Bist du neugierig, Skerwina? Er Dachte ich, ich war neugierig. Wie beschämend. Nein. Dein Puls beschleunigt sich, wenn du lügst, Kiarina, sagte er. Ich hörte das Schmunzeln in seiner Stimme. Damit solltest du vorsichtig sein, denn deinen Puls kann man an sehr vielen Stellen an deinem Körper fühlen. Und ich werde ununterbrochen meine Hände auf dir haben. Ich merke, wenn du lügst. Und ich bin sehr schlecht darin, mit Unaufrichtigkeit umzugehen. Bist du neugierig? Ich ließ die Schultern sinken. Ja. Er lachte, zog die Schnürung aus den letzten Ösen und streifte mir mit sicherer Hand das Korsett vom Körper. Beinahe achtlos warf er es zur Seite. Dann lagen plötzlich seine Hände, groß und warm auf meinen Brüsten. "Mhm", machte er genießerisch. "Ich liebe erregte Nippel und deine sind ganz besonders köstlich." Wie nebenbei begannen seine Finger mit meinen Brustwarzen zu spielen. Der Principale eröffnet die Karnevalsparty immer sehr gern mit einer Vorführung in Shibari, begann er, nur um dann gleich das Thema zu wechseln. Willst du raten, wie viele der Menschen hier morgen Abend auch auf dem Ballo del Doge in Venetia sein werden? Der Ballo, oh Himmel, den hatte ich so weit verdrängt. Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass ich morgen auf eine Party der ganz anderen Art gehen würde. Gehst du auch dorthin? fragte ich und krächzte dabei ein wenig. Weil er begonnen hatte, die Spitzen meiner Brüste zwischen den Fingern zu zwirbeln, bis sie sich fund anfühlten, schwer und hypersensibel. Die Tickets sind sehr begehrt, wich er aus. Dann schien er zu erkennen, dass er unaufrichtig war und seufzte, fast schuldbewusst. Entschuldige, Piccola, nein, ich werde nicht hingehen. Ich würde es bereuen, dass du nicht an meiner Seite wärst. Und deshalb bleibe ich lieber in meinem engen Apartment und betrinke mich allein. Es sei denn, du möchtest den Abend mit mir verbringen. Mit pochendem Herzen sah ich an mir hinunter. Seine Hände waren braun gebrannt und dennoch so viel heller als meine Schokoladenhaut. Es sah wunderschön aus, fand ich, wie er mit meinen Brüsten spielte. Heißer Kakao mit Zimtsahnehäubchen. Meine Arbeit hier ist getan, sagte ich. Ich fliege morgen nach Hause. Seine Lippen an meiner Halsbeuge. Ein feiner Biss. Genau dort, wo mein Puls klopfte. Du lügst, Giavina. Ich antwortete nicht, und er seufzte. Du willst nichts versprechen, weil du fürchtest, dass du nach der heutigen Nacht nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Du willst dir die Möglichkeit offenhalten, dich von mir zu lösen. Er ließ von meinen Brüsten ab und begann, mit sicheren Händen die Strümpfe über meine Beine nach unten zu schieben. Gerade eben verbiss ich mir ein enttäuschtes Aufstöhnen. Als ich versuchte, ihm zu helfen, damit er nur schnell wieder weitermachen konnte mit seinen Liebkosungen, drückte er meine Hände zur Seite. Lass mich das tun, Clara. Ich muss doch sowieso wieder nach Hause, verteidigte ich mich. Ich reise gern, erwiderte er mit einem Lächeln in der Stimme. Und so weit weg ist München nicht. Du hast mir nie gesagt, was du arbeitest, sagte ich. Weil es keinen Unterschied macht, Giocolatina. Komm, steh auf. Sehen wir dem Prinzipale zu. Es liegt mir fern, deine Neugier nicht zu befriedigen. Ich kam auf die Füße, er packte mich um die Mitte und riss mich an sich. Seine Lippen ganz nah an meinen, sein Duft in mir. Der weiche Stoff seines Mantels, Perlenschnüre, Federn, glitzersterne rieben an meiner nackten Haut, ebenso wie ich so vieles anderes befriedigen werde, was du dir wünschst, Picola. Dinge, von denen du nicht mal weißt, dass du fast jede Nacht davon träumst. Wenn er mich auf dem Weg zur Tanzfläche nicht gestützt hätte, wäre ich lang hingeschlagen. Das wusste ich. Der Kreis der Zuschauer, der sich um die Tanzfläche herumgebildet hatte, war locker genug, dass ich alles sehen konnte, obgleich wir nicht ganz vorn standen. Als ich sah, was dort abging, war ich froh darüber, dass der Kavaliere nicht nach vorn drängte. Der Gedanke, dass ich jemandem auffallen und nach vorn gerufen werden könnte, war unerträglich. Ich hatte das schon in der Schule gehasst, wenn bei irgendwelchen Schulfesten oder Faschingspartys Leute aus dem Publikum nach vorn gerufen wurden, um für miese Tricks und Vorführungen benutzt zu werden. Jetzt lernte ich, wie harmlos das alles gewesen war. Die Frau, die nackt in der Mitte der Tanzfläche kniete, hatte sehr blasse Haut. Sie war nicht ganz schlank. Dünne, rostrot gefärbte Seile schnitten in die Haut unter und über ihren Brüsten, über ihre Schultern hinweg. Hielten ihre Arme auf dem Rücken in einem unlösbaren Harnisch. Der Prinzipale kniete hinter ihr. Er trug noch immer seinen Mantel aus Organza in allen Farben des Regenbogens. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, kam es mir in den Sinn, aber ich konnte darüber nicht einmal lachen. Seine Edelsteinmaske ließ keine Schlüsse darauf zu, was er dachte und empfand. Sehr zielstrebig und selbstbewusst schlang er die rostfarbenen Seile um den Körper der Frau. In schnellen, aber niemals hastigen Bewegungen. Der Eindruck, als würde er einen Tanz vorführen, wurde noch verstärkt dadurch, dass man unter dem Organzermantel sehr deutlich die langen, definierten Muskeln seines Brustkorbes und seiner Arme arbeiten und spielen sehen konnte. So wie er sich bewegte, wirkte er nicht älter als 30. Wahrscheinlich jünger als viele der Padrones, die dieser Party beiwohnten. Und dennoch nannten sie ihn den Principale. Es verwirrte und erregte mich. Ich drängte mich an den Körper des Kavaliere. Ich stand halb hinter ihm und presste meinen Körper an seinen Rücken. Er stand wie ein Fels und seine Hand suchte meine. Der Principale kam geschmeidig auf die Füße, griff das Ende des Seils und zog es durch einen Ring, der von der Decke baumelte und den ich zuerst gar nicht gesehen hatte. Ein Mann fiel mir auf, der in der Nähe stand. In schwarzem Mantel und schneeweißer Maske, der einzige, Soweit ich das erkennen konnte, der keine Frau an seiner Seite hatte. Er regte sich nicht, hatte die Arme verschränkt und verfolgte das Geschehen auf der Tanzfläche. Der Winterkönig warf einen Blick über seine Schulter auf mich. Sie gehört ihm, sagte er leise. Der Prinzipale hat ihn um die Ehre gebeten, mit dieser Frau heute Abend die Party einzuleiten. Er hat es gewährt. Kann der Prinzipale das nicht einfach befehlen? fragte ich fasziniert. Kein Mann in diesem Raum hat einem anderen etwas zu befehlen, Piccola, auch der Prinzipale nicht. Hat er keine eigene Sklavin? Er spielt mit den Frauen, deren Doms wollen, dass er mit ihnen spielt. Er bindet sich nicht. Es verwirrte mich, was ich sah, was ich erlebte. Diese Freizügigkeit, die offenen Kopulationen, der schamlose Partnertausch. Ich spürte, wie mein Atem härter ging. Der Kavaliere spürte es auch. Er griff um mich und zog mich neben sich. Ich wäre sehr stolz darauf, Piccolina, wenn er mich darum bitten würde, mit dir zu spielen, bevor die Nacht vorbei ist. Das ist eine große Ehre. Er beobachtet seine Gäste und wählt die Sklavin aus, die ihm am meisten gefällt. Wirst du ihm gefallen, Kerina? Für mich? Ich beobachtete, wie der Prinzipale die Sklavin an dem Seil, das in ihrem Rücken mit der Fesselung verknüpft war, auf die Füße zog. Sie hielt den Kopf tief gesenkt. Ihr e ganzer Körper schien willenlos, ohne Spannung, so als könne sie sich gar nicht mehr rühren. Sie kann, Clara. Es war erschütternd, wie oft mein Begleiter meine Gedanken genau lesen konnte, aber sie will nicht. Sie unterwirft sich. Die Dominanz des Principale ist unerreicht. Der Mann im Organzamantel wickelte Manschetten um die Fußknöchel der Sklavin, verknüpfte, knotete und dann, wie aus dem Nichts riss er an einem herabhängenden Seil, und sie wurde hoch in die Luft gezogen. Mir blieb der Atem stehen bei dem Anblick, und ich merkte erst nach einigen Sekunden, dass der Kavaliere nicht zur Tanzfläche sah, sondern auf mich. Das erregt dich, flüsterte er. Ich konnte nicht anders. Ich nickte, sah, wie der Prinzipale das Seil, an dem er die Sklavin hochgezogen hatte, sicherte, wie er ihr einen Stoß gab und zurücktrat, während sie sich, an dem Ring hängend, bewegungslos in der Fesselung drehte. Bis auf die leisen, gregorianischen Gesänge aus versteckten Lautsprechern herrschte eine solche Totenstille im Raum, dass ich meinte, die ruhigen Atemzüge der suspendierten Sklavin hören zu können. Der Schneekönig schlang die Arme um mich. Sieh hin, Chocolatina, flüsterte er. Sieh genau hin. Was siehst du? Ich habe noch nie etwas gesehen, was sinnlicher war, antwortete ich, weil ich wusste, dass Lügen sinnlos war. Er küsste meine Lippen, zart, fast keusch, gewährte mir einen Blick durch die silberne Maske auf seine durchdringenden, dunklen Augen. Bist du bereit, dich meinen Händen zu unterwerfen? fragte er. Ich nickte. Der Weg zu der Nische, in die der Kavaliere mich führte, zog sich. Es waren nur wenige Schritte, aber mir kam es vor wie eine Marathonstrecke. Das mochte daran liegen, dass meine Gedanken im Zickzack rannten. Was wird er tun? Werde ich es ertragen? Wird er mich mit anderen teilen? Wird er andere Männer in diesem Raum auffordern, mich anzufassen? Er legte die Hand um meine Schultern, zog mich näher an sich heran. Keine Angst, Schokoladiner. Ich werde nichts tun, wovon du nicht schon einmal geträumt hast. Vielleicht. Er ließ das letzte Wort zwischen uns schweben, gab ihm Raum, sich zu entfalten. Mein Herz hämmerte gegen meinen Brustkorb. Vielleicht. Ja, was vielleicht? Vielleicht weißt du es nur noch nicht. Ja. Oder vielleicht war es ein Albtraum gewesen. Diese Möglichkeit schien in greifbare Nähe zu rücken, als ich das Ding sah, das in der Nische aufgebaut war. Ein übermannsgroßer Rahmen aus dunkel lasiertem Holz stand darin. Vier kleine Rollen waren an den unteren Ecken angebracht. Oben in der Mitte hingen an zwei soliden Ketten Ledermanschetten herab. Automatisch stemmten sich meine Fersen in den Boden, was sofort mit einem leisen, grollenden Lachen belohnt wurde. Der Kavalier blieb stehen, drehte mich so, dass er mir in die Augen sehen konnte. Eine Frage stand in dem Schwarz hinter der weißen Maske: Sag mir eines, Kiarina. Habe ich dir je Schmerzen zugefügt? Seine Stimme ernst, tief, beinahe ein wenig verletzt. Plötzlich schien mir das Halsband die Luft abzuschnüren, machte das Schlucken schwer. Mühsam schüttelte ich den Kopf. Nein. Habe ich je etwas getan, das dir Grund gegeben hat, mir dein Vertrauen zu entziehen? Habe ich dich überfordert? Das Brennen stieg von meinem Hals in meine Wangen, hinter meine Augen. Nein. Habe ich dir etwas anderes gegeben außer Lust? Gibt es einen Grund, dass du mir nicht zutraust, auf dich Acht zu geben? Das Brennen hinter meinen Augen wurde stärker. Ich merkte, wie sich Feuchtigkeit in meinen Augenwinkeln sammelte. Nein! Nur noch ein Flehen. Es war so schwer, einen Laut vorbeizuzwingen an dem Knoten in meinem Hals. Warum verletzt du mich dann mit deinem Misstrauen? Ich habe dir versprochen, auf dich zu achten, aber deine Angst zeigt mir, dass du mir nicht glaubst. Es kränkt mich, zu wissen, dass du mir unterstellst, kein Mann von Ehre zu sein, der zu seinem Wort steht, der nicht das, was ihm gehört, zu schätzen und zu beschützen weiß. Ich. Es tut mir leid. Ich senkte den Kopf, weil ich es nicht mehr aushielt. Eine einzelne Träne sickerte aus meinem Augenwinkel, glitzerte im Kerzenlicht, als sie fiel. Ich sah ihr nach, sah sie auf meinen in sich verschlungenen Händen zerspringen und auf der Hitze meiner Haut versickern. Er hatte recht. Er verdiente mein Misstrauen nicht. Er war nie anders als gut zu mir gewesen. Er hatte mich gefordert, ja. Er hatte mich an meine Grenzen getrieben und darüber hinaus. Aber nichts, was er getan hatte, war nicht wundervoll gewesen. Ein aufregender Ritt entlang des Grats zwischen Abenteuer und der Sicherheit seiner Anwesenheit. Seine Hand legte sich auf meine Wange. Vorsichtig pflückte er die Tränen unter meinen Augen von meiner Haut. Das sollte es auch, Bambina del Sole. Aber du kannst es wieder gut machen, nicht wahr? Alles, was du tun musst, ist mir dein Vertrauen zu beweisen. Du machst aus mir einen stolzen und sehr glücklichen Mann, wenn du mir glaubst, dass ich gut für dich sorge. Kannst du das für mich tun? Ja, Padrone. In diesem Moment hätte ich wahrscheinlich alles für ihn getan. So brennend war die Scham in meinem Inneren. Ich wollte ihn stolz machen. Ich wollte ihm nicht nur mein Vertrauen schenken dürfen sondern meine Liebe. Ich schmiegte meine Wange in seine Berührung, schwelgte in der Wärme und der Nähe. Mein Herz zog sich zusammen bei dem Gedanken, dass ich ihn nach dieser Nacht nie mehr wiedersehen würde. Er hob mein Gesicht seinem Mund entgegen. Nur ein sanfter Kuss auf meine Stirn, ein zartes Streicheln seiner Lippen über die Haut direkt an meinem Scheitel. Eine flüchtige Geste, fast keusch. Gutes Mädchen. Deine Stimme klingt so lieblich, wenn du geweint hast. Der Rahmen hatte nichts von seiner furchteinflößenden Aura eingebüßt, als er mich direkt heranführte. Ich schluckte meine Angst herunter. Ich konnte das. Mit ihm an meiner Seite würde ich das schaffen. Aus nächster Nähe sah ich, dass sich die Rollen unter dem Holz mit einem Druckmechanismus arretieren ließen. Ich sah die Ketten und die Hebel, die auch an den anderen Seiten angebracht waren. Meine Knie führten sich an, als wären sie aus Wackelpudding, aber ich riss mich zusammen und nahm auf einen Druck seiner Hand in meinem Rücken hin die eine Stufe, die mich auf den Rahmen hob. Dreh dich um, Schokoladiner. Ich will deine Vorderseite sehen. Er stand vor mir, die Arme locker an seinen Seiten. Nichts deutete darauf hin, dass auch er angespannt war. Er strahlte eine solch intensive Superiorität aus, dass es sich für mich anfühlte, als hätte sich ein Draht gebildet, direkt aus seinen Augen in meine Seele, wo sein Wille meiner wurde, sein Wunsch mein Begehren. Langsam wandte ich mich um, bemühte mich, meine Bewegungen fließen zu lassen. Bellissima, lobte er, bevor er auch den letzten Meter zwischen uns mit einem geschmeidigen Schritt überbrückte. Nun gib mir deine Hände. Zögernd streckte ich ihm meine Hände entgegen. Ich wollte nicht zögern, wollte ihn stolz machen. Aber es war nicht so einfach, denn Anspannung und Vorfreude hatten sich zu einem suchenden Cocktail in meinem Bauch geformt, der meinen ganzen Körper beben ließ. Er ergriff erst meine rechte, führte sie zu den herabhängenden Manschetten und fixierte sie in einer davon. Ich erwartete ein beißendes Gefühl auf der Haut, aber nichts dergleichen geschah. Die Fessel war gefüttert mit einem wunderbar weichen, wunderbar flauschigen Vlies. Es war ein streichelndes, luxuriöses Gefühl, das mich um Atemringen ließ. Amüsiert hob er seinen Mundwinkel. Erstaunt, Schokolatine? Ich habe dir versprochen, dass ich auf dich acht gebe. Nun die zweite. Nichts, das mir gehört, wird in diesem Raum beschädigt. Diesmal ging es leichter, ihm meine Hand zu überlassen. Das Prozedere wiederholte sich. Er führte meine Hand über meinen Kopf, überkreuzte meine Handgelenke, öffnete die Fessel und schloss sie wieder. Ich hatte diese neue Position noch nicht richtig verarbeitet, da machte er einen Schritt zur Seite, griff nach einem Strang Ketten und zog daran. Meine Handgelenke wurden nach oben gerissen. Meine Arme streckten sich aus der lockeren Position, bis ich sie gerade über meinem Kopf ausgestreckt hatte. Der Zug ließ nicht nach. Ketten klirrten, ein Zehen in meinen Schultergelenken. Er zog und zog, bis ich auf die Zehenspitzen gehen musste und den sicheren Stand verlor. Erst als meine Zehenspitzen kaum noch den Rahmen berührten, ließ der Druck nach. Er fixierte die Ketten an einem Haken am Rahmen, ging ein paar Schritte zurück, ohne mich aus den Augen zu lassen, bis er wieder mittig vor mir stand und die Arme vor der Brust verschränkte, kontemplierte. Ein leises Kochen entfuhr mir. Es war schwer, die Balance zu halten, ohne das Gewicht auf meine Beine verlagern zu können. Der Druck auf meinen Schultern intensivierte sich. Kein Schmerz. Noch nicht. Ein unangenehmes Ziehen, das sich von den Schultern in meinen Nacken fraß, weiter in meinen Kopf, wo ein Flüstern begann. Ein stetiges Rauschen und Wispern unbekannter Stimmen, die mich lockten und verführten, an einen Ort zu kommen, der nicht von dieser Welt war. Im Hier und doch nicht. Ein Ort, der tief in meinem Inneren war und mir dennoch gänzlich unbekannt. Ich schloss meine Augen, um besser auf die Stimmen hören zu können. Mein Kopf fiel in den Nacken. Ein luftiges Streicheln begann. Ganz leicht. Nur das Versprechen einer Berührung. Federn. Zart. Ich wollte meine Lieder dazu überreden, sich zu öffnen, um zu sehen, mit was er über meinen Körper strich. Aber ich konnte nicht. War viel zu gefangen an dem unbekannten Ort tief in mir. Es musste eine Feder sein, erkannte ich. Kaum wahrnehmbares Flüstern über meiner Haut. An meinen Oberschenkeln, meinem Bauch, meinen Brüsten. So flüchtig. Dass sich alles in mir erwartungsvoll zusammenzog. Meine Nippel pochten. Feuchtigkeit sickerte an der Innenseite meiner Schenkel herab. Immer weiter dieses Streicheln, das Kitzeln. Die Stimmen fingen an zu singen. Dann ein Schlag, brennende Hitze. Nicht mehr sanft, ganz und gar nicht. Meine Augen flogen auf. Er hatte einen Gegenstand in der Hand, der entfernt aussah wie ein Zauberstab. Schwarz. Das eine Ende gekrönt von einem Federbusch, während das andere Ende eine kleine, dreieckige Klatsche war. Wumms. Es war diese Klatsche, die auf meine Haut sauste. Ah! schrie ich auf. Der Schrei, der mir beim ersten Hieb noch vor Überraschung im Hals stecken geblieben war, bahnte sich einen Weg durch meine Kehle, getrieben von Schock und Entsetzen. Und etwas anderem, etwas Dunklem, Verbotenem. Nochmal und nochmal. Der Schmerz kam in zwei Wellen. Das Beißen von dem Schlag und dann, gleich danach, das Brennen. Klatsch, klatsch. Wieder traf mich das Leder. Wieder und wieder. Trieb mich aus meinem Schloss aus süßem Vergessen. Meine Schenkel, meine Hüften, mein Bauch. Klatsch, klatsch, klatsch. Die Hiebe kamen jetzt schneller. Fester. Noch fester. Die Unterseite meiner Brüste. Ich spürte, wie meine Haut sich erhitzte. Warm wurde, dann brennend heiß. Ich zerrte an meinen Fesseln. Ketten klirrten. Klatsch, klatsch, klatsch. Immer schneller. Mehr Schmerz, mehr Brennen, mehr Luft. Luft um mich herum. Luft in meinem Kopf, kühlend. Ein krasser Gegensatz zu dem Feuer in meinen Adern. Ich fiel, fiel zurück in die Schwärze, wo es keinen Schmerz mehr gab, keine Hiebe, nur noch Vergessen. Mein Feuerschloss im Winterland, wo der Schneekönig regierte mit eiserner Hand und brennender Liebe. Die Feuerzunge leckte weiter über meinen Körper. Immer wieder. Beißen, brennen. Ein Rhythmus. Ewig gleich. Wie das Rollen der Wellen am Meer. Schmerz, der aufbrandete, sich zurückzog. Aufbrandete, sich zurückzog. Welle um Welle ein größerer Genuss. Welle um Welle ein Schritt weiter ins Land der dunklen, verbotenen Fantasien. Er musste aufgehört haben, irgendwann. Denn ich spürte eine Hand in meinem Nacken den meinen Kopf in die Höhe zog. Sieh mich an, Schokolatina. Die Augen zu mir. Seine Stimme klang verzerrt in meinen Ohren, mischte sich mit dem Singen, dem Locken der Schneefeen in meinem Kopf. Tun, was er sagte. Ich musste tun, was er sagte. Mühsam hob ich die Lieder. Verzerrt nur sah ich sein Gesicht, die Maske, das Glühen der Augen dahinter. So ist gut, braves Mädchen. Was willst du? Dich. Es war nicht ich, die antwortete. Es war eine Stimme tief aus meinem Inneren. Das ist gut. Du wirst mich haben. Vertraust du mir? Ich vertraue dir. Was bist du bereit zu tun? Alles. Alles, alles, alles. Solange er mich nur nicht verließ. Solange er bei mir blieb in diesem Land, wo alles warm war, süß und fließend. Dann komm. Er löste meine Arme aus den Fesseln. Gewicht traf meine Beine, nur einen Wimpernschlag lang, aber genug, um ein taubes Kribbeln emporzusenden, direkt zwischen meine Schenkel. Der kurze Stich traf mich so unvorbereitet, dass ich aufschrie. Ich war so feucht, dass es unangenehm war. Aber dann härte er mich bereits auf seinen Arm, trug mich ein paar Schritte weiter und legte mich rücklings auf einen etwa hüfthohen Tisch. Ich wimmerte in leisem Protest, als der Kontakt zwischen unseren Körpern für einen Moment gebrochen wurde. Dann sein Arm in meinem Nacken. Er richtete mich ein wenig auf, hielt mir mit der anderen Hand die Wasserflasche an die Lippen. Trink das. Hast du die Arme lieber über dem Kopf oder an deinen Seiten? Was immer dir Vergnügen bereitet, Padrone. Mein Mund verzog sich zu einem Lächeln. Das waren keine Worte, das waren Gedanken. Wort geworden durch diese Sehnsucht in mir und den tiefen Frieden. Was immer er wollte. Was immer ihm Vergnügen bereitete, war gerade gut genug für ihn. Kühl rann das Wasser durch meine Kehle. Er lächelte auf mich herunter, nahm die Flasche weg und ließ mich auf die Lederpolster zurücksinken. Das klingt sehr schön, Bambina. Dein Vertrauen ehrt mich. Bänder legten sich um meinen Körper. Eines über meinen Brüsten, auf Höhe meiner Schlüsselbeine, das meinen Oberkörper fixierte. Das nächste über meinen Brustkorb. Es band meine Arme an meinen Körper, eng und stramm. Es war egal. Ein drittes über meinen Hüftknochen, fest, sehr fest. Nicht nur fixierte es meinen Unterkörper, es band auch meine Hände an meine Seiten. Mein Luftschloss begann zu zerfallen. Mein gesamter Oberkörper war immobilisiert. Die Erkenntnis war ein Sturm, der aufzog, um die Wolken des Vergessens zu vertreiben. Mein Puls beschleunigte. Ich hörte meinen Atem rauschen. Nachdem er das letzte Band auf der Unterseite des Tisches fixiert hatte, richtete er sich auf strich mir mit der Hand über die Wange. Du bist sehr tapfer, Schokolatiner. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Erinnere dich daran, dass du mir erlaubt hast, alles mit dir zu tun, was ich will. Hast du verstanden? Zu mehr als einem Nicken war ich nicht fähig. Mit der freien Hand holte er ein weiteres Band unter dem Tisch hervor, während sein Griff an meiner Wange sich verstärkte, meinen Kopf hielt. Wenn ich irgendwas tue, Schokolade, das zu viel ist, zu intensiv, dann signalisiere es mir. Kein Safe Word. Sag einfach, wenn du etwas nicht ertragen kannst, ja? Wenn du etwas nicht willst. Ich begann zu ahnen, was er vorhatte, und mein Kopf wand sich in plötzlicher Angst und Panik. Es war zu spät. Er hielt mich, spannte das Band fest über meiner Stirn, zurte es fest, noch fester, fixierte es auf der anderen Tischseite, bis ich mich nicht mehr einen bewegen konnte. Panik ließ mich hyperventilieren. Ruhig, Billetzer, ruhig. Alles ist gut. Gewöhn dich daran. Atme die Angst weg. Dir passiert nichts. Mein Kopf wollte sich schütteln, kämpfte gegen das Band, aber es half nichts. Es saß stramm an Ort und Stelle. Irgendwann gab ich auf. Ich ergab mich, wurde ruhig. Nur mein Atem zischte noch laut und viel zu schnell über meine Lippen. So ist gut. Braves Mädchen. Nun der Atem. Atme die Angst weg, Beletzer. Du brauchst sie nicht. Er küsste meinen Mund, dann hantierte er etwas unter dem Tisch und das Kopfteil senkte sich, zwang meinen Kopf in den Nacken, präsentierte und überstreckte meinen Hals, meine Kehle, soweit es ging. Wieder küsste er mich. Doch diesmal war der Kuss nicht keusch, sondern fordernd. Drängend annektierte seine Zunge meinen Mund, befahl und zeichnete. Als er den Kuss unterbrach, atmete ich immer noch hastig, aber nicht mehr aus Panik, sondern aus Lust. Er lachte ein wenig, tüpfte Feuchtigkeit von meiner Unterlippe, bevor er seinen Daumen in meinen Mund schob und mit unmissverständlichem Druck meinen Kiefer nach unten drückte. So, Tesoro mio, offen und zugänglich. Wirst du das schaffen, Schokolatina? Ich will dich nicht knebeln, also gehorche mir lieber. Hast du verstanden? Ich konnte nicht nicken und antworten konnte ich auch nicht, weil sein Daumen meinen Mund geöffnet hielt. Tränen stiegen mir in die Augen und trotzdem sagte ich ja, irgendwie an seinem Daumen vorbei. Bravas, Giavena! Das nächste Band legte er erst in einer Schlinge um meinen Oberschenkel, direkt über meinem Knie, bevor er es nach oben und zur Seite zog und an dem gleichen Haken befestigte, an dem auch der Hüftgurt befestigt war. Bevor ich wirklich verstand, was geschah, wiederholte er das gleiche Prozedere mit meinem rechten Oberschenkel, bis meine Beine weit gespreizt und an meinen Hüften angewinkelt fixiert waren. Ein letzter Griff unter den Tisch. Diesmal war es kein Band, das er hervorholte, sondern ein Keil aus hartem Schaumstoff, den er mir unter den Hintern schob. Mein Becken wurde angehoben und mein Geschlecht noch mehr zur Schau gestellt. Meine Hände wollten sich zu Fäusten ballen. Aber die Finger waren flach an meinen Körper gefesselt. Mehr als ein schwaches Verkrallen in meiner Haut war nicht möglich. Ich wollte mich wegdrehen, aber die Bänder hielten mich. Ich wollte den Kopf schütteln, flehen, schreien, bitten. Aber auch das ging ja nicht. Ich war nichts mehr. Nichts mehr als ein Teil dieses Spektakels. Gebunden und arrangiert. Ein Gefäß zu seinem Vergnügen. Und alle konnten mich sehen. Sehr schön, Chocolatina, sagte er und hauchte einen ersten Kuss auf meine entblößte Scham. Jetzt kann das Spiel beginnen. Ich schloss die Augen, fühlte seine Lippen und seine Zunge dort an diesem Ort meines Körpers, an dem alle Nervenstränge zusammentrafen, sich bündelten, zu glühen begannen. Seine Zunge kühlend, tröstend, dann aufpeitschend. Das Zittern meiner Schenkel drang nicht nach außen, dafür hatte er mich viel zu gut fixiert. Nervenenden gingen in Flammen auf, lechzten nach Kühle. Er leckte langsam an meinen Schamlippen entlang. So langsam, fast behutsam. Dann schloss er die Lippen um mich und saugte. Er schob seine Zunge in mich hinein, nicht behutsam, fordernd. Mein ganzer Bauch verkrampfte sich. Oh Gott, er war so gut, viel zu gut. Er wusste ganz genau, was er da tat. Er quälte mich, brachte mich hoch, höher, immer höher. Seine Lippen schlossen sich um meine Klitoris, die so geschwollen war, dass ich geradezu froh darüber war, meine Schenkel nicht schließen zu können. Ich hätte das Brennen gar nicht ertragen. Im ersten Augenblick Kühle, dann saugte er. Mein Gehirn setzte aus, als er die Zungenspitze ganz leicht über die Spitze flattern ließ. Ich schrie auf. Oh Gott, ich war nah dran, so nah dran. Er tat es noch einmal. Ich konnte den Abgrund schon sehen, über den ich gleich in die Tiefe stürzen würde. Diesen dunklen Abgrund, all das Verbotene, Süße. Er nahm den Mund von mir. Meine Nerven heulten auf. Mein Körper brannte vor unerfülltem Begehren. Der Laut, der mir entfuhr, das war nicht ich. Ich wollte rufen, seinen Namen schreien. Aber den hatte er mir ja nicht gesagt. Bilder sprudelten in meinem Kopf, Gedanken, Farben. Erinnerungen kreisten umeinander. Ein tiefes, grollendes Brummen, Rauschen. Ich atmete durch geöffnete Lippen, weil ich anders nicht genug Sauerstoff in mein System bekommen hätte, um meinen bis an die Grenze getriebenen Körper zu versorgen. Sie reagiert sehr intensiv, sagte jemand. Nicht der Kavaliere. Jemand, der uns beobachtete. Ich riss die Augen auf. Vor mir nur leerer Raum. Dafür Finger auf mir, in mir. Die Finger des Kavaliere, redete ich mir ein. Er war es, der zwischen meinen Beinen war, der mich streichelte, fest und fordernd. Er tauchte in meinem Blickfeld auf, sah mich an. Das Grübchen in seiner Wange. Er lächelte. Gelöst. Die Feuchtigkeit auf seinen Lippen, das war meine Erregung. Gott, Hitze schoss mir in die Wangen. Er sah so atemberaubend aus mit diesen feuchten Lippen, dem gelösten Lächeln. Das tut sie, bestätigte er. Und führte wieder einen Finger in mich ein, ohne den Blick von meinem Gesicht zu nehmen. Ich schnappte nach Luft. Mein ganzer Körper geriet in Bewegung. Aber da war nichts, was ich bewegen könnte. Und ich stöhnte auf, in Frustration. Er lachte leise und küsste meine Brüste. Rechts, links, dann meinen Bauch hinab. Meine Pussy zog sich zusammen. Er wartete auch dort einen Kuss, bekam ihn nicht. Er richtete sich wieder auf und lächelte mir ins Gesicht. Mehr Frustration. Ich kämpfte gegen die Fesseln. Sie muss noch Manieren lernen, sagte der Kavaliere mit leisem Bedauern in der Stimme. Sie unterwirft sich noch nicht bereitwillig. Aber Talent ist da. Anerkennung in der fremden Stimme. Ganz eindeutig. Etwas klirrte. Der Fremde befand sich außerhalb meines Gesichtskreises. Meine Nervosität stieg noch mehr als ich das eindeutige interesse im blick des kavaliers sah der zur seite schaute dorthin woher die fremde stimme kam die sehen spannend aus sagte er die was die was war das klirren ich habe sie noch nicht ausprobiert sagte der andere seine stimme kam näher der kavaliere sah mich wieder an und hielt dabei die hand auf der fremde legte etwas hinein silberglänzend mehr konnte ich nicht sehen mein Herz begann zu rasen. Der Kavaliere zog seinen Finger aus mir und legte die Hand an meine Halsbeuge. Er fühlte den Puls. Atme, Chocolatina. Er lächelte und küsste meinen Hals, meine Schultern. Ich versuchte es. Er wartete. Wartete noch länger. Schloss seine Hand um das, was der andere hineingelegt hatte. Sah die ganze Zeit in mein Gesicht. Das Gröbchen verschwand tauchte aber wieder auf, als mein Atem wieder tiefer wurde. So ist es gut. Er ließ den Gegenstand aus seiner Hand zwischen meinen Brüsten auf meine Haut gleiten, warm von seiner Hand. Mein Hals war viel zu weit überstreckt, als dass ich es sehen konnte, und das war der Moment, in dem ich etwas zu verstehen begann. Es machte keinen Unterschied, ob ich sehen konnte oder nicht, was er plante. Er würde es tun, so oder so. Ich konnte genauso gut aufhören, dagegen anzukämpfen. Ich schloss die Augen. Meine Muskeln erschlafften. Equella mia, Chocolata, sagte er ruhig und küsste meinen Bauch. Sein Atem, eine unvergleichliche Zärtlichkeit. Seine Hand glitt von meiner Halsbeuge über mein Gesicht, ließ mich den Duft spüren, sein Duft vermischt mit meiner Erregung. Und für einen kostbaren Moment wurde alles in mir ruhig. Er nahm die Hand weg. Dann biss etwas in meine Brustwarze. Meine Augen flogen auf, und von einer Sekunde zur anderen war alles wieder da. Das Verkrampfen meines Bauches, meiner Muskeln, der flache Atem, das Rasen des Herzens. Ich konnte es nicht sehen, nur fühlen. Ein unerbittlicher Druck auf meiner Brustwarze. Das waren keine Finger, keine Lippen, keine Zähne. Er wartete kurz, dann waren da seine Hände. Er justierte die Klemme, die so viel brutaler war als die, die er am vergangenen Abend angesetzt hatte. Der Druck wurde zu einem Reißen. Oh Gott. Ich wimmerte, und er löste die Klemme ein wenig. So, sagte er. Das ist gut. Tut mir leid, Piccola. So besser? Ich nickte. Tränen quollen unter meinen Lidern hervor. Es brannte. Ich schloss den Mund, biss die Zähne zusammen. Eine Hand schloss sich um meinen Kiefer, drückte meinen Mund wieder auf. Atme, Bicola, murmelte er. Atme durch den Schmerz hindurch, dann wird er erträglicher. Ich will keinen Schmerz, dachte ich. Ich will von dir gehalten werden. Und gab doch kein Laut von mir, als er die zweite Klammer ansetzte. Ich atmete, flach, heftig, langsam tiefer. Es half. Er hatte recht. Natürlich. Diese Erkenntnis bewirkte etwas in mir dass mein Körper erneut kapitulierte. Er streichelte meine Wangen, meinen Hals, meine Brüste, die brannten, meinen Bauch. Mach den Mund auf, Piccola, sagte er ruhig und fest, soweit du kannst. Ich gehorchte und wurde erneut aus der Kapitulation herausgerissen, als ich ein Glied zwischen meine Lippen schob. Das war nicht der Kavaliere. Der Kavaliere war über mir, seine Hände auf mir, seine Stimme, sein Mund. Gnadenlos schob der Schwanz eines fremden Mannes sich über meine Zunge. Die Kette zwischen den Nippelklammern klirrte, so heftig zitterte ich. Die Hände des Kavaliere an meinen Brüsten. Seine Stimme, so nah und zugleich so weit weg. Sei eine gute Sklavin, Schokolata. Befriedige meinen Freund, während ich dir Vergnügen bereite. Finger, Lippen, eine Zunge zwischen meinen Beinen. Alles war in Bewegung. Meine Nerven standen in Flammen. Der Fremde fickte meine Mundhöhle und ich konnte nichts dagegen tun. Als er zu weit stieß, als er versuchte, bis in meine Kehle vorzudringen, griff der Kavaliere sofort ein, unterbrach den Fremden und erinnerte ihn mit ruhigen und sehr bestimmten Worten daran, dass ich das Eigentum des Winterkönigs sei und nicht missbraucht werden durfte. Meine Hoffnung, dass der Fremde gehen würde, erfüllte sich nicht. Der Mann holte sich, was der Kavaliere ihm gewährte, holte es sich in meinem Mund. Das Gefühl war verwirrend, beschämend. Doch da waren diese Berührungen zwischen meinen Beinen, die mich sehr nachdrücklich auf dieser Seite des Verlangens hielten. Auf der Seite, wo alles möglich war, wo das Verbotene normal war, wo nur das zählte, was Menschen Befriedigung verschaffte. Meine Zunge umspielte das Glied des Fremden, wenn er sich zurückzog, mein Mund saugte an ihm, wenn er wieder eindrang. Ich spürte, wie er seinem Höhepunkt näher kam. Ich zitterte. Erinnerte mich wieder und wieder daran, dass ich das für den Winterkönig tat, nicht für diesen anderen Mann, den ich nicht kannte, der nur ein Schwanz war, der meinen Mund fickte. Ich presste die Augen zusammen gegen das Brennen, das dahinter nistete. Keine Tränen. Er würde enttäuscht sein, wenn ich weinte. Es waren die Hände des Fremden auf meinen Brüsten, sein Stöhnen in meinen Ohren. Verdammt, Rede Nevi, diese Sklavin ist unglaublich, keuchte er und das leise Lachen des Kavaliere brachte meine Pussy zum Vibrieren. Alles spannte sich an, nicht nur zwischen meinen Beinen. Mein ganzer Körper bäumte sich auf in Erwartung des Höhepunktes. Zieh dich zurück, sagte der Kavaliere beherrscht. Sie kommt gleich, und dieses Mal lasse ich sie kommen. Wenn du nicht gebissen werden willst, schlage ich vor, du bringst dich in Sicherheit. Danke für die Warnung. Der Fremde zog sich aus meinem Mund heraus, ein tiefer Atemzug, und mit dem nächsten Herzschlag schickte der Kavaliere mich über die Spitze. Ich hatte das Gefühl, über die Klippen eines riesigen Wasserfalls zu stürzen, das Wasser kochend, tausend Nadelspitzen. Alles zog sich zusammen, explodierte in einem Funkenregen, ich hörte mich schreien. Auf meinem Geschlecht lag die Hand des Kavaliere fest, sicher, beruhigend. Es war noch nicht vorbei, als er sich aufrichtete. Ich hörte das Rascheln seines Mantels, hörte einen Reißverschluss und das Reißen von Plastikfolie. Sofort kehrte ich zurück aus dem Delirium, in das ich gestürzt war. Sofort standen alle Nerven wieder Gewehr bei Fuß. Ich schrie, langgezogen, schamlos, als er sich in mir versenkte. Zu viel. Mein geschwollenes Fleisch nahm ihn nur unter Protest auf, aber ein Protest, den er einfach beiseite zu wischen schien, mit seiner Selbstsicherheit, seiner Kraft. Ich sehnte mich danach, meine Hände in den Muskeln seiner Arme zu vergraben, ihn zu berühren. Aber er hatte mir all diese Möglichkeiten genommen. Und ich konnte ihn nicht einmal sehen, weil mein Kopf so weit zurückgebogen war. Ich konnte den fremden Mann sehen, der sich an meiner Mundhöhle befriedigt hatte, und es schockierte mich kaum noch zu beobachten, wie dieser Mann seinen Mantel über seiner immer noch beachtlichen Erektion schloss, den Arm um eine auf den Knien wartende Sklavin legte, sie auf die Füße zog und mit ihr davonging, um sie zu vögeln. So wie mein Schneekönig mich vögelte. Nein, bestimmt nicht. Oh Gott, es war unglaublich. Es war gigantisch. Mein Mund war ausgetrocknet von meinen Schreien. Er gab mir mehr, immer mehr. Und ich wollte, dass er aufhörte. Wollte, dass er niemals aufhörte. Ich fühlte seine Hände an meinen Brüsten, seine Finger, die sich um die Klemmen schlossen, und mein ganzer Körper verkrampfte sich. Die Erinnerung schoss mir wie ein Blitzschlag in den Kopf. Ich hatte in der vergangenen Nacht erlebt, dass das Abnehmen der Klemmen zehnmal mehr Weh tat als das Anbringen oder das Tragen. Ich hielt die Luft an. Er zog die Klemmen herunter und eine Sekunde später schoss das Blut zurück in meine Brustwarzen mit einem stechenden, drückenden Schmerz. Ich schrie auf. Ich kam noch einmal heftiger als zuvor, länger als zuvor. Seine Hände auf meinen Schultern, um ihm Halt zu geben, während er sich in mich rammte. Seine Stirn zwischen meinen Brüsten Zähne, als er mich biss. Ich konnte fühlen, wie er kam, wie sein Schwanz tief in mir zuckte. Eine Hand schloss sich um meine Kehle, drückte zu, nur einen Millimeter vom Würgen entfernt. Die andere Hand fand den Hebel, der die Nackenstütze regulierte. Er drehte daran, richtete mich auf, bis wir einander in die Augen sahen. Aus den dunklen Höhlen seiner Maske loderten Flammen. »Du sehler mir«, keuchte er, »du gehörst mir, nur mir. Mit dir zu tun, was ich will, mir zu dienen, du bist mein, hörst du?« Er zuckte noch immer tief in mir. Meine Muskeln umklammerten ihn, Nachwehen meines eigenen Höhepunktes, die ihn an mich fesselten. Dein, stöhnte ich zurück, nur dein. Ich dachte an den fremden Schwanz, den zu befriedigen er mich gezwungen hatte, wollte ihn dafür hassen, aber da war nichts. Ich konnte ihn dafür nicht hassen, weil der wunderbare Mistkerl, der meine Lippen küsste, als sei ich eine Süßigkeit, genau gewusst hatte, was er tat, genau gewusst hatte, dass ich das brauchte. Weil er durch mich hindurch sah, als sei ich aus Wasser und Luft. Er las, was meine Fantasien waren. Ich hatte keine Ahnung, wie er das machte. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Ich wollte ihm gehören. Ganz. Wollte alles für ihn sein, was er sich erträumte. Weil er alles war, was ich mir jemals erträumt hatte. Er zog sich aus mir zurück. Behutsam. Seine Hand lag auf meinem Unterschenkel, als er das Kondom abzog und in einem bereitstehenden Behälter entsorgte. Er strich an meinem Bein entlang, seine Hand warm, beruhigend. Er küsste meine Knöchel, trat neben mich, legte seine Hand auf meine Stirn. Vergeblich suchte ich nach dem Grübchen in seiner Wange, als er sich über mich lehnte, um mir in die Augen zu sehen. Alles in Ordnung, Chocolatina? fragte er. Seine Stimme war anders. Plötzlich fühlte ich mich sehr nackt. Ich konnte ihn nicht lesen. Die Maske verbarg jede Emotion und er lächelte nicht mehr. Er löste den Riemen über meiner Stirn, dann nacheinander die anderen Riemen, mit denen ich auf der Liege festgeschnallt war. Er massierte meine Haut, tief drangen seine Fingerspitzen in das Muskelgewebe ein, sehr gründlich, aber es fühlte sich kalt an, unpersönlich. Ich fröstelte und bemühte mich, es ihn nicht merken zu lassen, aber das war natürlich vergeblich. Er blickte auf und nickte jemandem zu. Wenig später wurde mir eine Decke um die Schultern gelegt und der Kavaliere reichte mir eine Wasserflasche. Er befreite meine Beine und half mir, mich aufzusetzen. Nimm mich in die Arme, dachte ich, aber ich sagte es nicht. Stimmt etwas nicht? fragte ich, eingeschüchtert davon, wie sehr und wie schnell er sich verändert hatte. Er sah mich an. Seine Lippen lächelten, aber das Gröbchen war nicht da, und ich wusste, dass er sich zwang. Alles in Ordnung, Piccola. Du frierst, das ist normal. Er rieb meine Oberarme unter der Decke. Aber wie du zu mir bist, das kann nicht normal sein, dachte ich. Aber ich gab es auf, in seinem Gesicht nach einer Erklärung zu suchen. Ich drehte das Gesicht weg. Dann brach ein Staudamm tief in mir und mein ganzer Körper wurde von Schluchzern geschüttelt. Ich glaubte, dass ich mich noch nie in meinem ganzen Leben so einsam gefühlt hatte. Hey, Chocolatina, raunte er umarmte mich, zog mich an seinen Körper. Ich presste mich an ihn, schmolz in ihn hinein, und er fühlte sich so gut an. Meine Kurven passten perfekt gegen seine Muskeln, die gespannt waren, so als warte er auf etwas. Er grub eine Hand durch mein Haar, dann schob er seine Arme unter mich und hob mich hoch. Er trug mich aus der Nische heraus und in Richtung der Sitzgruppe in der Nähe der Bar. Er ging dabei so sicher und unbeeindruckt, als hätte er nicht mehr als ein Hühnchen im Arm. Ich versuchte zu lächeln über den Scherz in meinem Kopf, aber ich konnte nicht. Nur neue Schluchzer bahnten sich den Weg. Mir lief die Nase. Ich vergrub das Gesicht an seinem Mantel. Er hielt mich ganz fest. Selbst als er sich in einen der Sessel fallen ließ, hielt er mich auf seinem Schoß. Er legte mir die Wasserflasche gegen die Lippen. Hast du Hunger? fragte er. Ich schüttelte den Kopf und schmiegte meine Stirn an seine Halsbeuge. Er duftete nach Zitrus und exotischen Gewürzen und ein bisschen nach Schweiß und Sex. "Lass mich nie los", dachte ich. Ich wollte nicht an das Ende dieser Nacht denken, aber ich musste. Unter ein Flugzeug, unter den Flughafen, und an Stadthofer und an "Mach die Augen zu, Schokolatina", murmelte er. "Und hör auf zu denken. Ich hab dich aufhören zu denken. Das war eine sehr gute Idee." Ich atmete tief durch. In meinen Zehen begann das Zittern, arbeitete sich hoch durch meinen ganzen Körper, aber langsam versiegten die Tränen. Das Schluchzen ebbte ab und ich begann mit den Falten und Federn an seinem Umhang zu spielen. Ich genoss es, wie er meine Stirn küsste und in meine Haare atmete und einfach nur still saß mit mir auf seinem Schoß. Redele Nevi? Ich fuhr zusammen beim Klang der dunklen, machtgewohnten Stimme. Doch der Kavaliere ließ nicht zu, dass ich mich aufrichtete. Seine Hände drückten mich nieder in seinen Schoß. Leg still, Schiawina, befahl er. Dann blickte er auf. Principale? Seine Stimme klang jetzt anders, nicht unterwürfig, aber mit einer anderen Form von Respekt eingefärbt als dem, den er den anderen Doms entgegenbrachte. Der Principale spielte in einer Liga für sich. Eure Sklavin gefällt mir, Winterkönig, sagte der Principale sehr förmlich. Seltsam. Vorhin im Büro des Principale hatten sie sehr viel gelassener kommuniziert. Seine Maske bedeckte nicht nur die Augen, sondern das ganze Gesicht, und die Tatsache, dass alle seine Emotionen in völliger Dunkelheit blieben, war beunruhigend. Das freut mich zu hören, erwiderte der Kavaliere vorsichtig. Gefallen zu wollen liegt dir im Blut, aber vor ihr liegt noch ein langer Weg. Seine Hand lag auf meiner Stirn. Beweg dich kein bisschen, sagte die Geste. Macht mir die Ehre und überlasst sie mir für das finale Spiel des Abends, sagte der Principale. Die Worte waren keine Bitte. Die Stimmfärbung war ein Befehl. Ich schauderte. Nein, erwiderte der Kavaliere fest, ohne Zweifel. Sie ist noch nicht so weit, Principale. Mein Herz stockte. Er widersetzte sich dem Willen des Principale. Und er wollte nicht, dass ich... Er hatte... Meine Augen begannen wieder zu brennen. Was war mit meinem Kavaliere passiert? Als wir vorhin zugeschaut hatten, wie der Principale seine Vorführung gestaltete, hatte er den Eindruck erweckt, dass es sein größtes Ziel war, der Principale würde seine Sub anfordern. Und jetzt? Er mochte mich nicht. Er wollte mich nicht. Er wollte mich nicht einmal auf der Bühne des Principale teilen. Ich verkrampfte meine Hände zu Fäusten und kämpfte dagegen an, irgendjemanden sehen zu lassen, wie unglücklich mich sein plötzlicher Sinneswandel machte. Etwas war passiert. Und ich wusste nicht, was es war. Es ist keine Bitte, Rede Le Nevi, sagte der Prinzipale, vollkommen emotionslos. Ich erwarte eure Sklavin in einer halben Stunde auf der Tanzfläche. Was würde passieren, wenn er sich widersetzte? Der Prinzipale wandte sich um ohne ein weiteres Wort und ging gemessenen Schrittes zur Bar. Ich starrte in das maskierte Gesicht meines Kavaliere. Was? Er schüttelte den Kopf. Nein, Schokoladina. Er nötigte mich, mich aufzusetzen und winkte ein Barmädchen heran, um sie anzuweisen, mein Kleid und meine Schuhe aus dem Büro des Principale zu holen. Wir gehen nach Hause. Warum? fragte ich. Du wolltest das doch. Sei bitte so gut und widersetz dich nicht jetzt noch meinem Willen, Schokolata, bei etwas so Nebensächlichem wie dem Wunsch des Principale. Du bist nicht so weit. Und ich will nicht, dass er dich in seine Seile hängt, ganz einfach. Du hast das gewollt beharrte ich, auch wenn ich wusste, dass es ein Fehler war. Sei bitte so gut und sag mir, was ich falsch gemacht habe, Kavaliere. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Was habe ich getan, dass du mich nicht mehr magst? Er packte mich am Arm, schob mich von seinen Schenkeln und stand auf. Ich fiel vor ihm auf die Knie. Unzählige Augenpaare wandten sich zu uns, Gesichter, die hinter Masken unkenntlich waren. Er sah auf mich herunter. Ich konnte ihn nicht lesen. Ich hatte Angst vor ihm. Aber er würde das nicht mit mir tun. Er würde mich nicht wegschicken, ohne mir zu sagen, was passiert war. Ich bin so weit, Padrone, sagte ich fest. Ich weiß, dass ich das kann. Lassen Sie mich das für Sie tun, Redele Nevi. Für Ihr Vergnügen. Seine Haltung änderte sich kein bisschen. Auch er wusste um die Menschen, die uns beobachteten. Und wir beide wussten, dass dies nicht der richtige Ort war, sich eine Blöße zu geben. Seine Sklavin erbot sich, etwas zu tun, was sie über ihre Grenzen trieb. Für ihn. Er durfte das nicht ausschlagen. Das Barmädchen kam mit meinem Kleid. Er nahm es ihr ab und warf es hinter sich auf die Couch. Seine Lippen waren zu einem schmalen Strich gepresst. Du willst das, ja? Ja, Padrone. Eine Sklavin bekommt nicht, was sie will. Sie bekommt, was sie braucht. Hast du das gewusst? Sie haben es mir selbst gesagt, Padrone. Er packte mich unter dem Arm und zog mich auf die Füße. Warum tust du das, Sklavina? Warum tust du Dinge, die du nicht tun willst? Warum lässt du dich von einem wildfremden Mann in den Mund vögeln, obwohl es dich zum Weinen bringt? Was ist es, das dich dazu bringt, unbedingt stärker sein zu müssen, als du bist? Ich starrte ihn an. Die Leidenschaft in seiner Stimme war verstörend. Noch nie hatte jemand mich so sehr durchschaut wie er. Noch nie hatte mir jemand solche Fragen gestellt. Es ist nicht nur hier, habe ich recht. Es ist nicht nur mit mir, hier auf der Party. Du bist immer so. Überall. Deshalb bist du in Venedig. Deshalb schlägst du dich mit einem Mann herum, der dich verletzen will, obwohl er dich nicht kennt, um damit deinen Arbeitgeber lächerlich zu machen. Das ist nicht devot, Schiavina. Das ist, ein Fußabtreter zu sein. Tu mir einen Gefallen, ja? Nur sein Arm um meine Mitte war es, der mich davor bewahrte, zusammenzubrechen. Ich konnte nicht antworten. Ich gebe dich dem Prinzipale Clara. Wir haben nur noch diese Nacht. Aber nimm etwas mit daraus, hörst du? Lass so etwas nie mehr mit dir tun. Der Prinzipale und ich und all die Menschen hier, wir respektieren dich. Wir respektieren die submissive Frau, die du bist, die dienen und gefallen will. Aber geh danach zurück in dein Leben und lass dich nicht mehr herumstoßen von Menschen, die dich nicht zu würdigen wissen. Erweise mir diese eine Ehre. Zeig mir, dass du etwas gelernt hast sei nie mehr der Fußabtreter für Menschen, die glauben, dass sie besser sind als du. Ich sah zu ihm auf, sah das Feuer in seinen Augen, den Schwung seiner Lippen, seine Determiniertheit. Er meinte, was er sagte. Er meinte jedes einzelne Wort. Ich verspreche es dir, flüsterte ich. Er riss mich an sich. Mein Körper krachte gegen seine Brust. Dann war seine Hand in meinen Haaren und seine Lippen lagen auf meinem Mund. Er küsste mich und Gott, wie er mich küsste. Ich glaube, ich bin noch nie so geküsst worden. Er verschlang mich mit seinem Mund, brandmarkte meine Lippen mit den seinen. Seine Zunge drang in mich ein, leckte mich, verschlang jeden Rest des salzigen Geschmacks des Fremden, ersetzte ihn mit seinem Aroma. Süß und herb und bitter. Und so, so gut, weil es sein Geschmack war. Seiner ganz allein. Einmalig auf dieser Welt. Ich ließ ihn ein, ließ ihn mich nehmen. Hörte Worte, die er aus irgendeinem Grund nicht sagen konnte, ließ mich trösten. Ich stöhnte. Seine Hand in meinem Rücken presste mich an ihn. Ich fühlte seine Erektion, wunderte mich, dass er schon wieder so weit war, und wunderte mich nicht mehr, als er das Stöhnen direkt von meinen Lippen trank. "Ancora una volta", keuchte er, ohne die Lippen von mir zu lösen. Noch einmal, Chocolatina. Noch einmal. Seine Finger zitterten, als er an seinem Mantel nestelte, den Kuss nicht unterbrach, mich rückwärts drängte, bis mein Rücken gegen eine Wand krachte. Mein Kopf schwamm. Ich verstand das nicht, verstand nicht, wie schnell dieser Mann seine Masken wechselte, von Feuer zu Eis und wieder zurück. Aber ich musste es nicht verstehen, denn die Sprache unserer Körper brauchte keine Worte, brauchte kein Verstehen. Er brauchte mich. Niemals in meinem Leben habe ich mich so begehrt gefühlt, so gebraucht, wie in dem Moment, als er mein Knie in die Höhe riss, es um seine Hüfte legte und sich in mir versenkte. Grob, hart. Viel zu tief für mein geschundenes, geschwollenes, vielfach benutztes Fleisch. Aber es war egal. Alles war egal. Nur nicht seine Liebe. Denn es war Liebe. Konnte nichts anderes sein. Diese Verzweiflung, mit der er sich in mich trieb, mich mitriss in den Fall in den Taumel aus Lust und Leidenschaft. Niemals. Jede Silbe meißelte er mit einem Stoß in meine Seele. Du bist mein. Höher, schneller, fester. Seine Hand krallte sich in meinen Hintern, hielt mich fest, hielt mich in Position. Es war unnötig. Ich wäre nicht gegangen. Niemals wäre ich gegangen. Nicht mit seiner Kraft in mir und seinen Worten in meinen Ohren, die Ambrosia waren, reinste Ambrosia. Ich lass dich nicht gehen! Das letzte Wort ein Schrei, und er sang noch in meinen Ohren, und da wurde er still, ganz still. Ich fühlte, wie er sich in mir verströmte, und das Zucken und Beben tief in meinem Inneren riss auch mich über die Kante, und wir schrien zusammen. Rangen zusammen um Luft, um Leben, um ein kleines bisschen mehr Zeit. Langsam nur zog er sich aus mir zurück, die Stirn auf meiner, ließ mein Bein los. Bei jedem Atemzug drängte seine Brust gegen meine. Ich hob die Hände, legte meine Finger um sein Gesicht, zog es an meinen Hals. Ich fühlte das leichte Zittern unter der Haut seiner Schultern, das nach Trost schrie und Geborgenheit. Und wer war ich, um meinem Kavaliere nicht das zu geben, was er brauchte? Ich liebe dich, flüsterte ich, und mein Atem spielte dabei in seinen wunderschönen schwarzen Locken. Er rührte sich nicht. Langsam strich ich ihm durch die Haare, spielte mit den weichen Strähnen. Meine Finger ertasteten das Gummiband, mit dem seine Maske vor seinem Gesicht befestigt war. Es wäre so einfach, so, so einfach. Meine Fingerspitzen kribbelten mit der Versuchung. Aber es wäre eine schale Befriedigung, auf diese Weise sein Gesicht das erste Mal zu sehen. Schal und nicht genug. Und er war es, der mich gelehrt hatte, dass nicht genug eben für mich nicht genug war, dass ich mehr ersehen durfte. Alles. Ich zwang meine Finger loszulassen, die Seiten seines Gesichtes entlang zu streichen, bis unter sein Kinn, um ihn zu bitten, mich anzusehen. Er folgte meiner unausgesprochenen Bitte und hob den Kopf. Die Glut in seinen Augen und die Bitterkeit um seinen Mund drohten mir den Atem zu nehmen. Zeig mir dein Gesicht, bat ich. Ich werde nicht gehen. Wir finden einen Weg. Aber bitte, zeig mir dein Gesicht. Clara. Mein Name klang wie ein Gebet aus seinem Mund. Bitte. Auch meine Stimme zitterte. Langsam, ganz langsam zog er sich von mir zurück brachte ein wenig Abstand zwischen unsere Körper, hob die Hände. Schwarz glitzerten seine Haare auf dem goldbraunen seiner Haut, als er die Finger an seinen Hinterkopf führte. Ich hielt den Atem an. Er meinte es ernst, er würde. Mein Herz pochte so laut, dass ich fürchten musste, die Wände dieser altehrwürdigen Villa würden gleich erbeben. Gleich, gleich. Redele Nevi? Eine Stimme. Fremd und doch vertraut erklang und der Moment zerschellte. Er ließ die Hände sinken, straffte die Schultern, wandte sich um. Sie. Sí. Enttäuschung ergoß sich über mir wie ein Eimer Eiswasser. Der Prinzipale erwartet eure Sklavin. Es ist alles bereit. Natürlich. Fast nebensächlich streifte er das Kondom ab, verknotete es, entsorgte es in dem dafür vorgesehenen Behälter und richtete seinen Mantel. Wir kommen gleich. Sogar der Duft des Principale erschien mir vertraut. Mein Winterkönig hatte mich in die Mitte der Tanzfläche geführt, hatte Manschetten um meine Handgelenke gelegt und sie in meinem Rücken ineinander gehackt. Meine Schultern wurden nach hinten und unten, meine Brüste aber nach oben gedrückt. Er strich mir über die Arme, küsste meine Lippen und trat dann zurück von der Tanzfläche herunter, bis er sich an eine Säule lehnte und die Arme vor der Brust verschränkte. Mein Herzschlag wurde sehr flach und schnell, viel zu schnell. Geh nicht weg, dachte ich. Ich hatte das für ihn tun wollen, weil ich wusste, dass es ihn stolz machte, dass der Prinzipale ausgerechnet mich haben wollte. Aber jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Geh nicht weg. Er ließ mich nicht aus den Augen. Der Prinzipale, der hinter mir stand, trat nah an mich heran. Zuerst fühlte ich eine beinahe vorsichtige Berührung an meinen Schultern. Nur die Fingerspitzen. Dann seinen Duft von einer irritierenden Vertrautheit. Ich wollte diesem Mann die Maske vom Gesicht reißen. Ich wollte wissen, wer er war. Aber meine Hände waren gefesselt. Wären meine Hände frei gewesen, dann hätte ich bei ihm nicht gezögert, wie beim Kavaliere. Ich hätte es einfach getan. Ich gehörte nicht zu dieser Gruppe von Menschen. Ihre innere Hierarchie konnte mir doch egal sein. Aber es gab für mich keinen Grund, einem Mann zu huldigen, der vielleicht am Montagmorgen auf einem Baugerüst stand und unflätig hinter vorbeigehenden Frauen herpfiff und mich jetzt meinem Kavaliere wegnahm. Ich hörte ihn hinter mir schmunzeln. So viele Gedanken, Piccola, flüsterte er. Und die meisten davon so schnell und flüchtig, dass ich sie gar nicht greifen kann. Wie bitte? War dieser Mann ein Gedankenleser? Ich schauderte, und aus dem Schmunzeln wurde ein leises Lachen. Ah, nun, Piccola, bevor wir beginnen, möchte ich dir ans Herz legen, dich ganz und gar in meine Hand zu geben. Nicht mehr denken und vor allem deinen Körper aufgeben. Wenn du das nicht tust, kann es sein, dass ich dir Schmerzen zufüge, und das will ich nicht. Wenn du dich entspannst und dich meiner Hand anvertraust, wirst du nur das Seil spüren. Es wird dich halten. Ich zuckte zusammen, als er mir ein doppelt gelegtes, blendend weißes Seil oberhalb der Brust um den Körper legte. So fest, dass es scheuerte, als er es im Rücken verknotete. Er schob einen Finger unter das Seil, begradigte eine Stelle, wo es sich verdreht hatte. In den vergangenen fünf Jahren hat sich bei meinen Skulpturen nur ein einziges Mal ein Knoten gelöst, flüsterte er an meinem Ohr. Und ich konnte das teuflische Grinsen in seiner Stimme hören. Mhh, mmm, machte er und fuhr mit der Zunge über meine Schulter. Ich liebe Gänsehaut, Piccola. Mein Blick flog zum Kavaliere, der bewegungslos an seiner Säule lehnte. Ich zitterte von Kopf bis Fuß. Der Principale schlang seine beiden Seile nun unter meiner Brust entlang. Wand einen Steg zwischen meinen Brüsten hinab, schlug das Seil unter und über, knotete. Sehr konzentriert, ohne jemals zu zögern. Das Bewusstsein, gefesselt zu werden, verdunkelte meine Gedanken. Weißes Nylon auf deiner kakaofarbenen Haut, Ragazza, sagte er wie zu sich selbst. Ich liebe deine Haut, weißt du? Du siehst aus wie die verführerischste Süßigkeit. Das Nylon ist elastisch. Es erklärte, warum er mit den Fingern nacharbeiten konnte, obgleich die Stricke schon fest in meiner Haut schnitten. Es dehnt sich um etwa ein Zehntel, je nachdem, welcher Druck daran zieht. Es ist einfacher für dich, du bist ganz neu, und ich bin ein weichherziger Mann. Das bezweifelte ich stark. Ich sprach es nicht aus, dennoch lachte er. Oh, du weißt nicht, wie gut ich zu dir bin. Raunen, ziehen, knoten. Aber fühle, es liegt weicher auf der Haut als Hanf. Ich arbeite am liebsten mit Hanf. Aber ich kann nicht widerstehen, auf deiner einzigartigen Haut weiße Seile zu verarbeiten. Ich bin ein Ästhet. Er verknotete das Ende des Seils in meinem Rücken, dann hakte er die Manschetten an meinen Handgelenken auseinander und schnallte sie ab. Er reichte sie einem Assistenten, der an der Seite wartete. Nicht meinem Winterkönig. Sehnsucht zerrte in meinem Unterleib. Immer mehr Zuschauer fanden sich ein. Nackte Frauen mit zerzausten Haaren, die allesamt sehr benutzt, und sehr befriedigt aussahen. Viele, die mich mit neidvollem Blick musterten, aber ich hatte zu viel Respekt vor diesem Mann, als dass ich ihren Neid nachvollziehen konnte. Ich schluckte schwer. Meine Oberarme waren in der Fesselung bereits fixiert, aber ab den Ellenbogen waren meine Arme frei. Noch. Nicht mehr lange. Der Prinzipale umgriff meine Unterarme und legte sie in meinem Rücken ineinander, die Hände um die Ellenbogen. Die Handgelenke nach innen, dozierte er. Viele Blutgefäße laufen dort zusammen, wichtige Blutgefäße. Und das Letzte, was ein Rigger will, ist, dir das Blut abzuschnüren oder deine Nerven zu verletzen. Sag mir, wenn sich irgendetwas taub anfühlt oder zu kribbeln beginnt. Sie, Ich, dachte ich, ich fühle mich taub an. Mein ganzer Körper. Ich sehnte mich nach meinem Winterkönig. Er wickelte ein Seil um meine Unterarme, Schlaufe an Schlaufe, bis keine Haut mehr freilag. Eine unlösbare Fesselung. Ich war gefangen, verschnürt, bereit benutzt zu werden. Mein Kopf sagte nach vorn. Erste Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich will das nicht, dachte ich, nicht von diesem Mann. Er ging um mich herum in dieser unnachahmlichen selbstbewussten Art, die in jedem einzelnen seiner Schritte präsent war. Er griff mir in die Haare und hob meinen Kopf, um mir in die Augen zu sehen. Seine Augen waren schwarze Höhlen in der Maske aus zerstoßenen Edelsteinen. Ich schauderte erneut, mehr Tränen folgten, und zu meinem Entsetzen begann mir nun auch noch die Nase zu laufen. Er ließ meinen Kopf los und trat zurück. Einsam stand ich in der Mitte der Tanzfläche. Sekunden verstrichen. Ich sah die Füße des Principale, den unteren Saum seines Mantels aus Organza und darunter die Umrisse seiner kräftigen Unterschenkel. Dann verschwanden die Füße und der Mantel und die Unterschenkel. An ihre Stelle traten silberne Stiefel. Ein grau-silberner Mantel mit Sternen besetzter Georgette. Der einzigartige Duft nach Zitrus und Gewürzen und meiner eigenen Haut. Der Winterkönig schloss mich fest in seine Arme, im selben Augenblick, als ich spürte, wie der Principale in meinem Rücken neue Seile verknüpfte. Der Winterkönig tupfte mir mit einem weichen Tuch das Gesicht ab und küsste meine Lippen. Du siehst bezaubernd aus, Chocolatina, sagte er. Dein Gesicht ist so weich, wenn du weinst. Bleib da, stieß ich hervor. Geh nicht weg. Der Prinzipale lachte leise. Ich spürte einen Ruck in der Fesselung meiner Arme und erschrak, als ich um einige Zentimeter in die Luft gezogen wurde, bis ich auf den Zehenspitzen stand. Dann ließ der Zug sofort wieder nach. Es war der Winterkönig, der mir befahl, mich hinzuknien. Der Prinzipale ließ das Seil, an dem ich hing, in genau demselben Tempo nachgeben, wie ich dem Befehl Folge leistete und auf die Knie ging. Mein Winterkönig nahm seine Hände nicht von meinem Körper. Ich bleibe da, Chocolata. Aber das erlaubt der Principale nur dann, wenn ich ihm assistiere, sagte er ruhig. Was. was bedeutet das? <laughs> Assistieren? Ich zog die Nase hoch. Schmunzelnd hielt er mir das Tuch vors Gesicht, so dass ich schnauben konnte. Das kann alles Mögliche bedeuten. Erst ein Magier, weißt du. Kein Magier verrät seine Tricks. Ich mag ihn nicht, murmelte ich, das Gesicht in seinem Mantel vergraben. Aber natürlich magst du ihn. Es fällt dir nur schwer, das zuzugeben, weil du das Gefühl hast, dass das falsch ist, dass man das nicht darf. Dass eine Frau wie du das nicht darf, das zu mögen, was er mit dir tut. Sieh dich um, Piccola. Die Menschen hier werten nicht. Sie genießen das Schauspiel und bewundern dich für das Kunstwerk, das du bist. Sie sind Steuerberater und Sekretärinnen und Klempner und Kellnerinnen und Schauspieler und Musiker. Vielleicht ist ein Weltstar darunter. Ganz sicher ein paar Leute mit eigener, weltweit operierender Firma. Niemand wertet, was du tust. Sie alle tun das, was hier geschieht, weil sie es mögen. Weil sie mit ihrer Lust an Dingen, die andere als pervers empfinden mögen, im Reinen sind. Ich möchte, dass du zu ihnen gehörst. Er fuhr mir mit den Fingern durch meine Haare. Leg dich auf die Seite, Chocolatina. Er wird jetzt dein Bein binden. Der Unterschied war verstörend. Zuvor hatte ich das Ziehen und Zerren, das Schlingen und Knoten des Principale als schmerzhaft und unangenehm empfunden. Jetzt lag ich fest in den Armen meines Winterkönigs. Nicht nur machte es mir gar nichts mehr aus, wie der Principale mein Bein verdrehte, wie meine Pussy für alle sichtbar offen lag, wie das Nylon in meiner Haut schnitt. Es fühlte sich angenehm an. Sicher. »Rede le nevi«, sagte der Principale. Ich zuckte zusammen, wollte protestieren, wollte nicht, dass er weggerufen wurde. Ich brauchte ihn hier, brauchte seine Unterstützung, seinen Schutz. Aber er ging ja nicht weg. Er rührte sich nur, nahm eine Hand von meiner Haut, nahm etwas entgegen, das der Prinzipale ihm reichte. Ich schloss die Augen. Es war gleichgültig. Wehren konnte ich mich nicht. Der Winterkönig begann, an meinen Brustwarzen zu ziehen, sie zu verdrehen, zu zwirbeln. Tief Luft holen. Sagte er an meinem Ohr. Und wenn ich sie ansetze, dann ausatmen, ganz ausatmen, bis keine Luft mehr in dir ist. Der Atem reinigt dich. Reinigt dich in deinem Schmerz. Ich halte dich. Ich bin derjenige, der dir das antut, weil ich es will, weil du es willst, weil es uns zusammenhält. Ich tat, was er sagte, befolgte jeden einzelnen Schritt und ich spürte kaum, wie die Klammer einschnitt. Ich liebe die Brüste einer Frau. Der Winterkönig lächelte. Seine Stimme, sein ganzer Körper lächelte. Der Stolz, den er empfand, übertrug sich auf mich, spendete Ruhe und Kraft. Ich liebe es, mit weichen, natürlichen Brüsten zu spielen. Hast du eine Ahnung, wie viele Frauen, besonders schöne Frauen, keine natürlichen Brüste mehr haben in unserer Zeit? Es ist so bedauerlich. Ich könnte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht nur damit verbringen, mit deinen Nippeln zu spielen, Schokoladiner. Er verstellte das Rädchen so weit, bis ich den Schmerz spürte und mich leicht krümmte. Dann die andere Seite. Silber, murmelte er. Ich hatte geglaubt, dass auf deine Haut Gold gehört, aber das war nicht richtig. Auf deine Haut gehört Silber. Du bist keine Sonnengöttin, Chocolatina. Du bist die Winterkönigin. Deshalb passen wir so gut zusammen. Deshalb passen wir so gut zusammen. Ich schmiegte mich noch fester in seine Umarmung. Öffnete meine Augen einen Spalt, um zu sehen, wie der Prinzipale das Verschnüren meines linken Beins, den Oberschenkel fest an den Unterschenkel fixiert, abschloss. Er zog ein langes, doppelt gelegtes Seil von meinem Knöchel locker durch den Ring, der von der Decke herabhing und zu dem bereits vier Seile von meiner Rückenfesselung führten. Der Prinzipale hob den Kopf und sah mich an. Ich konnte seinen ganzen Körper unter seinem Mantel sehen. Muskeln, Sehnen. Nur schemenhaft sah ich sie spielen. Ein Tiger auf dem Sprung. Ganz eindeutig, er war kaum älter als ich, ein noch junger Mann, ein attraktiver Mann. Ich lächelte ihm zu. Er kam zu mir, auf meiner anderen Seite, dem Winterkönig gegenüber. Sie wechselten einen Blick. Der Prinzipale berührte meine Nippelklammern, zog daran, so heftig, dass ich mich in die Bewegung hineinwölbte, als der Schmerz zubiss. Talent? sagte er anerkennt, legte dem Winterkönig kurz die Hand auf die Schulter und kam dann mit einer Eleganz, an der ich mich nicht satt sehen konnte, auf die Füße. Ich hob die Lieder ganz, sah, wie er nach den Seilen griff, die in meinem Rücken fixiert waren, und daran zu ziehen begann. Der Kavaliere ließ mich los. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass der Prinzipale mich sehr langsam und sehr bestimmt hochzog, bis ich auf meinem rechten Bein zu balancieren versuchte. Ich versuchte den Kopf zu heben, aber mein Nacken wurde von der Fesselung so nach vorn gedrückt, dass es zu sehr schmerzte. Lass dich fallen, Schokolata, sagte der Kavaliere und strich mir kurz durch die Haare. Du brauchst keine Balance zu suchen. Die Seile halten dich. Wir lassen dich nicht fallen. Er griff nach dem anderen Seil, das von meinem Knöchel hinauf zu dem Ring hoch über meinem Kopf führte. Im nächsten Augenblick verlor ich den Boden unter den Füßen. Beide Männer zogen in einer so perfekten Harmonie, dass ich im gleichen Augenblick wusste, dass sie aufeinander eingespielt waren und das nicht zum ersten Mal taten. Hätte es mich ärgern sollen, dass der Kavaliere mich nicht gewarnt hatte? Es war ein abgekatertes Spiel gewesen, mich mit dem Prinzipale allein auf der Bühne zu lassen, meine Sehnsucht zu wecken, meine Tränen zu locken. Eine unglaubliche Leichtigkeit überkam mich. Ich schwebte auf Augenhöhe zwischen diesen beiden Männern, die, jeder auf seine Art, pure Perfektion waren. Der Winterkönig neigte sich zu mir und küsste meine Lippen. Ich bin gleich wieder da, Schokoladiner, sagte er und strich mir mit dem Handrücken über die Wange. Ich nickte und lächelte ihn an, sah ihm hinterher, als er die Bühne verließ. Der Prinzipale machte sich an meiner Rückenfesselung zu schaffen, löste die Bindung meiner Arme. Er befreite mich? Hier und jetzt? Hoch über dem Boden? Mein Körper zuckte in den Seilen. Er holte aus, als wolle er mich schlagen und so zur Raison bringen. Doch dann ließ er die Hand sinken, brachte stattdessen seinen Mund an meine Brust, nahm eine der Klammern zwischen die Lippen und zog fest daran. Ich schrie auf und wand mich in den Seilen. Er ließ los, lachte leise und gab mir einen Stoß. Der Ring, an dem ich hing, begann sich zu drehen. Mein Körper begann sich zu drehen. Die Gesichter der Umstehenden verschwammen, tanzten an mir vorbei wie Straßenlampen auf einer nächtlichen Autofahrt. Der Prinzipale bremste meine Karussellfahrt, löste meine Handfesseln und ersetzte sie durch Manschetten, die ihm sein Assistent reichte. Er brachte beide Arme an dem Seil, das von meinem Rücken nach oben zum Ring führte, nach oben, bis meine Fingerspitzen beinahe den Ring berührten. Mein Rücken war überstreckt. Mein Nacken schmerzte. Er zog eine kurze Kette durch den Ring und hakte sie in die Ösen an meinen Manschetten ein. Ich ruckte daran. Es klirrte, aber nichts gab nach. Er fing mein noch ungefesseltes rechtes Bein, brachte den Oberschenkel hoch, die Ferse an meinen Hintern und umwickelte alles fest und unnachgiebig. Der Winterkönig bahnte sich einen Weg durch die Zuschauer. Er trug zwei lange, dicke Stangen, Bambus vielleicht. O oh Himmel, ich blinzelte. In seiner Wange das Grübchen. Ein Raunen lief durch die Umstehenden, als er die Tanzfläche betrat. Der Prinzipale nahm ihm eine der Stangen ab. Das ist ein weiterer Vorteil der Nylonseile", erklärte er, mehr an die Zuschauer gewandt als an mich. Man kann nachträglich Dekorationen einfügen, zwischen Seil und Haut schieben, weil das Nylon genügend Flexibilität hat, um das zuzulassen. Er schob eine der Bambusstangen, die länger waren als er selbst, unter die Fesselung meines linken Beins, nach oben unter den Hüftriemen, der Teil des Brusthanischs war, und an meiner rechten Schulter entlang. Und während der Winterkönig meinen rechten Ellenbogen mit einer Fußmanschette an der Stange fixierte, wiederholte der Principale die Prozedur mit der anderen Stange von meinem rechten Bein bis hinauf zum linken Arm diagonal, so dass ich plötzlich an ein Andreaskreuz gefesselt war. Überstreckt. Bewegungsunfähig. Mein Herz hämmerte. Ich spürte jeden einzelnen Pulsschlag an meinem Körper, spürte die Hitze meiner Haut, spürte alle meine Nerven, in denen ein kleines Feuer glühte. Der Principale griff nach den Seilen, zog mich höher. Ich sah hinunter auf den Winterkönig, auf seine hellen Hände, auf meiner Schokoladenhaut. Er drückte einen Kuss auf meinen Bauch, ehe ich zu hoch flog und er mich nicht mehr erreichen konnte. Der Principale fixierte die Seilenden an Ankern im Boden, so dass ich sicher hing, dass ich nichts lösen konnte. Die Freiheit, die ich dabei empfand, war unvernünftig, aber ich konnte nichts dagegen tun. Der Winterkönig streckte sich nach einer der Bambusstangen und gab ihr einen Stoß, so dass ich mich zu drehen und zu schaukeln begann. Langsam erst. Er schob noch einmal an. Geschwindigkeit. Ich schrie. Schneller, schneller. Rundherum und herum. Kein Schreien, ein Jauchzen. Ich drehte mich. Ich drehte mich und flog. Schwerelos und frei wie in einem Traum. In meinem Bauch ein Feuer. Freiheit. Er hatte gewusst, was ich brauchte. Hatte es mir gegeben. Obgleich ich gefesselt war, war es mir, als würde ich die Arme ausstrecken, ausbreiten, als wären es Flügel, Funken, Sterne, Lichter. Alle Gesichter flogen verschwommen an mir vorbei. Alle bis auf eines: Seins. Ich lag in seinen Armen, seine Hände ein zartes Massieren auf den Striemen, die die Seile des Principale auf meiner Haut hinterlassen hatten. Wir waren zurück in der Limousine. Er hatte es nicht für nötig befunden, dass ich mich wieder in das Kleid quälte, und ich war mehr als zufrieden mit der Alternative, die sich als weiche, flauschige Fließdecke herausstellte, nur lose um meinen Körper gewickelt. Alles war warm, alles war dunkel. Ein drastischer Gegensatz zu meinem Funkenflug in den Seilen des Principale. Die getönte Privatsphärescheibe war nach oben gefahren. Draußen herrschte noch die Nacht. Komme zu mir, bat er. Seine Stimme ein weiches Locken, das einen erstaunlichen Kontrast bildete zu der Gewissheit, mit der seine Hände mich unter der Decke erforschten. Ich kann nicht. Man kann immer. Du willst nur nicht, Schokolatina. Das ist ein Unterschied. Ich griff nach der Decke, hielt sie an meinen Schultern fest, während ich mich ein wenig aufrichtete, von ihm abrückte, um ihm in die Augen hinter der Maske sehen zu können. Und wenn ich wollen würde? Was würde das ändern? Morgen geht mein Flug. Das hier. Das war ein Traum, richtig? Nur eine Fantasie. Das hast du so oft gesagt. Auf mich wartet das echte Leben. Ein Traum kann Wirklichkeit werden, Sie. Man muss es nur wollen. Nicht für mich. Die leise Melancholie des Abschieds, die gerade noch süß geschmeckt hatte auf meiner Zunge, wurde mit einem Mal bitter. Irgendwo draußen in der Schwärze wartete schon die Realität. Mit seiner unfehlbaren Fähigkeit, auch meine kleinsten Stimmungsschwankungen zu erkennen griff er nach meinen Schultern und zog mich wieder näher in seine Umarmung. Er wiegte mich hin und her. Das sanfte Wiegen, mit dem man auch ein Kind hätte einlullen können, das von einem schlechten Traum erwacht war. Nur dass mein Traum wundervoll gewesen war und das Erwachen der Schreck. Was ist es, das dich so traurig macht, Berletzer? Sag es mir. München und Venedig. Es ist nicht die Welt, die uns trennt. Wie unrecht er hatte. Wie sollte ich ihm das erklären? dass ich einen Namen hatte, den es zu schützen galt, einen Job. Clara Hummel mochte adoptiert sein und nie wirklich dazu passen in die heile Glitzerwelt der Schickerie. Aber das hieß nicht, dass ich nicht wusste, was ich meinem Vater schuldig war und dem Namen, den er mir geschenkt hatte. Ein gesichtsloser Verführer gehörte nicht dazu. Ich seufzte und lehnte mich an seinen Körper, wollte mit ihm verschmelzen, auf jede Art, die ein Mann und eine Frau eins werden konnten, und wusste doch, dass es nicht sein durfte. Die Welt misst sich nicht immer in Distanz, Kavaliere. Ich hatte eine Aufgabe zu erledigen hier in Venedig und ich habe sie versaut. Ich komme nach Hause als das gebrannte Kind. Ich habe meinen Namen in den Dreck gezogen, als ich zugelassen habe, dass mein Ex mich mit seiner neuen Flamme öffentlich bloßgestellt hat. Und ich werde noch tiefer im Morast landen, wenn rauskommt, dass ich nicht nur meinen Mann nicht halten konnte, sondern auch nicht meinen Job. Ein gesichtsloser Fremder ist genau das, was meine Familie nicht auch noch braucht. Du meinst, ich bin nicht gut genug für dich. Ich hatte gewusst, dass er es nicht verstehen würde. Ich legte meine Hand an seine Wange, hoffte darauf, dass ein wenig von all dem, was er mir gegeben hatte, auf diese Weise zu ihm zurückfließen würde, unter seine Haut, ganz tief, dorthin, wo es nie verloren gehen würde. Du hast nicht einmal einen Namen, sagte ich und wusste, dass es traurig klang und genauso sentimental, wie ich mich fühlte. Er wandte seinen Kopf, schmiegte sein Gesicht in meine Handfläche, Streichel, zarte Küsse auf meiner Haut. Nein, Kiarina, den habe ich nicht. Ich hatte gehofft. Wirklich. In diesem gestohlenen Augenblick zwischen Traum und Wachen, der süß war und schwer und unglaublich leicht zur selben Zeit, da hatte ich einen Augenblick lang geträumt, dass er mir sein Geheimnis offenbaren würde. Dass er die Maske vom Gesicht nehmen und mir sagen würde, wer er war. Dass er es ehrlich genug meinte, wenn er mich bat, bei ihm zu bleiben. Ehrlich genug um das Geheimnis zu lüften. Mein Blut sang vor Erwartung. Es würde gut werden. Irgendwie würde alles gut werden, wenn er nur sein Gesicht enthüllte und mir sagen würde, wie er hieß. Meine inneren Muskeln zogen sich zusammen, erinnerten sich an seinen Schwur. Ich lasse dich nicht gehen. Ich hielt die Luft an. Es geschah nichts. Er griff nicht an das Gummiband, das die Maske hielt, öffnete nicht den Mund, um mir seinen Namen zu sagen. Er machte gar nichts. Nur seine Finger streichelten mich. Über der Decke, gedämpft durch das flauschige Fließ. Tränen prickelten in meinen Augen, als ich begriff. Aber ich schluckte sie hinunter. Er sollte nicht sehen, wie ich weinte. Im Dämmerlicht begrüßte uns ihre Durchlaucht, die Serenissima. Altehrwürdig und immer gleich. Erste Sonnenstrahlen kitzelten goldene Dächer. Es war ein warmer Februar bisher und ich sehnte mich nach Schnee. Wollte in die Wolken schauen und den Flocken zusehen bei ihrem Liebesreigen. Es wird schon Tag, sagte ich aus dem Gedanken heraus. Hinter meiner Stimme lauerten noch immer die Tränen. Ich werde dich finden, sagte er, und seine Arme griffen fester um mich, fast so, dass er mir den Atem nahm. Der Winterkönig stirbt, das weißt du nicht, wahr? Im Feuer, am Mercoledi delle Ceneri, am Aschermittwoch, vergeht der Winterkönig, und für ein Jahr ist alles vorbei. Alle Träume vergangen, die Illusion vorüber. Ich werde nach München kommen und dich finden. Dann wirst du sehen, was vom Traum übrig bleibt, wenn der Tag erwacht. Wie soll ich dich erkennen? Mir gefiel das Gedankenspiel, das Versprechen, die Möglichkeit. Ich wusste, dass es ein Spiel war, und doch gab es mir Trost. Mit dem Herzen, dieser Romeo. Egal, was deine Augen dir sagen, erkennen wirst du mich mit dem Herzen. Seine Worte klangen nach in der Stille zwischen uns. Der Wagen wurde langsamer, zog zwischen zwei parkende Autos und hielt an. Wir waren angekommen. Wie ist das? Sabine hielt ein Harlequin-Kostüm hoch, schreiend bunt, nur zusammengesetzt aus Stoffstreifen, die irgendwie nebeneinander, übereinander, aneinander genäht waren. Ich verdrehte die Augen. Mein Bedarf an Kostümen, die nur dann den Körper richtig verhüllten, wenn der Wind gut stand, war vorläufig gedeckt. Sie lachte und hängte es zurück. Wir finden sowieso nichts, was an dein Sonnenkostüm von gestern rankommt, also schraub deine Erwartungen gleich mal ein bisschen runter. Und du hast den ganzen Vormittag verpennt, Hühnchen. War es so gut? Hatte dich nicht schlafen lassen? Wir waren auf einer Party, sagte ich und hob die Schultern. Meine misshandelten Muskeln und Sehnen protestierten und ich notierte mir im Kopf, keine ruckartigen Bewegungen zu machen für mindestens vier Wochen. Die ging halt so lange. Da muss ja eine tolle Party gewesen sein. Und das ganz ohne Alkohol. Woher willst du wissen, dass die ohne Alkohol gewesen ist? Man würde es riechen und gekotzt hast du auch nicht. Man muss es ja auch nicht übertreiben mit dem Alkohol. Wo hast du denn den Samstagabend verbracht? fragte ich mit einem kläglichen Versuch, das Thema von mir wegzubringen. Ich nahm ein feuerrotes Rokokokleid von der Stange herunter und drehte den Bügel vor mir hin und her. Dann schüttelte ich den Kopf. Rot war nicht meine Farbe. Ich brauche etwas helles, murmelte ich. Cremeweiß oder hellblau oder silber. Es lag mir auf der Zunge, aber nein, auf keinen Fall silber. Gelb, meinte ich. Gelb sieht auf meiner Haut auch gut aus. Hühnchen, ich finde es ja großartig, dass dein Kavalier dein Selbstbewusstsein so weit angekurbelt hat, dass du wenigstens schon mal etwas als gut aussehend auf deiner Haut bezeichnest. Aber du solltest einsehen, dass auf deiner Haut alles gut aussieht. Sie schwenkte ein Schornsteinfegerkostüm und grinste. Verlockend, meinte ich. Aber lass mal, ich gehe auf keinen Trauerzug, auch wenn es sich fast so anfühlte. Mein letzter Abend in Venedig. Ich hatte beschlossen, den Winterkönig nicht noch einmal wiederzusehen. Es war schwer genug. Ich hasste Abschied nehmen. Eigentlich war ich sogar versucht gewesen, meinen Flug auf den heutigen Nachmittag umbuchen zu lassen und sang und klanglos aus der Stadt zu verschwinden, um keine Verführung aufkommen zu lassen. Aber David hatte gesagt, dass Contarini jedes Jahr auf diesen Ball ging. Und nachdem der verdammte Strapsbaron mich gestern auf so widerliche Weise versetzt hatte, würde ich diese Chance nutzen. Nicht er durfte es sein, der Stadthofer den Laufpass gab, Stadthofer würde es sein, die Contarini sagten, er und seine Spitzenhöschen sollten bleiben, wo der Pfeffer wächst. Stadthofer, in Person der zu neuem Selbstbewusstsein erstarkten Chefeinkäuferin, würde Nicolo Contarini die Meinung sagen, die sich gewaschen hatte. Kein Fußabstreifer mehr, bitteschön. Ich war fest entschlossen, dieses Versprechen einzuhalten, auch wenn er es nie erführe. Sabine stieß einen Pfiff aus und holte einen Mantel aus dem Fundus, der mich so schmerzlich an den Winterkönig erinnerte, dass ich plötzlich gegen Tränen kämpfte. Verdammt nochmal. Ich sollte gar nicht mehr hier sein. Ich sollte im Flieger sitzen und alles tun, um diesen Kerl zu vergessen. Seinen Duft, seine Stimme, die Kraft in seinen Armen. Sabine sah mir ins Gesicht und schürzte die Lippen. Ihre Anteilnahme war echt. Hey, Hühnchen, nicht traurig sein. In ein paar Tagen hast du begriffen, dass sie einfach so sind, die Venezianer. Du wirst ihm dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Du wirst es nutzen und jemanden finden, der wirklich für dich gemacht ist. Dieser Kerl war ein Flirt. Sie hängte den Mantel weg. Darin sind sie gut, weißt du? Sie sah mich nicht mehr an, wühlte weiter. Wahrscheinlich sogar die Besten der Welt. Flirten und dir sagen, wie toll du bist. Sie meinen das ehrlich. Das ist das Verrückte daran. Sie würden dich nicht verführen, wenn sie nicht bis über beide Ohren in dich verknallt wären, für eine Nacht oder ein Wochenende oder vielleicht sogar, wenn es sehr gut läuft, für zwei Wochen. Aber sie ziehen immer weiter. Sie sind wie Paradiesvögel und dazu brauchen sie nicht mal eine Maske. Klammer dich nicht an ihn. Denk einfach dran zurück, wie gut du dich in seinen Armen gefühlt hast und dann sie nach vorn. Das dachte ich ist auch das mindeste. Dankbar sein für das, was er für mich getan hat. Er will mich in München besuchen, sagte ich leise. Die Lust am Kostümsuchen war mir vergangen. Sie hatte ein herrliches Kleid gefunden. Es war in einem hellen Pink gehalten, mit weißer Spitze und Straßperlen übersät. Eine weiße Rokoko-Perücke gehörte dazu und eine pinkfarbene Augenmaske mit silbernen Rändern, die nicht mit dem üblichen Gummiband permanent gehalten wurde, sondern man hielt sie an einem Stäbchen vor das Gesicht, wann man wollte. Das gefällt mir, kommentierte ich und fühlte mich plötzlich sehr müde. Das hat er gesagt? fragte sie. Ich nickte verdrossen. Soll ich ihm glauben? Sie behielt das Kleid in der Hand und setzte sich auf eine Truhe. Das hier sieht aus wie ein Baisetörtchen. Wenn du meine Erfahrungswerte zugrunde legst, Hühnchen, dann glaub ihm nicht. Er sagt Dinge, damit du dich gut fühlst. Sowas funktioniert immer und das wissen diese Jungs auch. Wenn ich jetzt aber zugrunde lege, wie heiß du gestern ausgesehen hast in diesem Fummel, den er für dich ausgesucht hat, nicht zu vergessen die einfach überirdische Unterwäsche, und wenn ich mir dann denke, dass er dich nach nur einem Date schon auf eine Ganznachtsparty in offenbar sehr illustrer Gesellschaft mitgenommen hat, denn auf den Partys, auf die ich gehe, trägt kein Mensch sowas Exklusives, dann bin ich versucht zu glauben, dass ja einer von uns auch mal Glück haben darf, oder? Sie schüttelte das Kleid. Also das hier? Mir gefällt's. Und ich bin zu müde zum Weitersuchen. Ich nehme das, wenn es passt. Klar passt das. Guck dich doch mal an. Biene. Der einzige Grund, warum man die Augenringe nicht sieht, die ich spazieren trage, ist meine Hautfarbe, informierte ich sie und nahm ihr das Kleid ab. Ich betrachtete es aus der Nähe. Biene hatte recht. Ich würde aussehen wie ein Beseetörtchen. Aber hey, ich hatte mich ein Wochenende lang gefühlt wie die leckerste Süßigkeit in den Armen und vor allem unter den Lippen des Winterkönigs. Da konnte ich auch mal so aussehen, wie ich mich fühlte. Normalerweise war dieser Zustand, auszusehen, wie ich mich fühlte, dem Montagmorgen vorbehalten. Ich hatte schon mal Glück, sinnierte ich mehr zu mir selbst. Auch wenn die Erinnerung an David sich in den wenigen Tagen hier in der Stadt der Liebe mehr als halbiert hatte. Du weißt, was draus geworden ist. Dann versuchst du es halt wieder. Du bist doch keine 30 Hühnchen. Du bist auf dem aufsteigenden Ast? Ich grinste sie an. Das ist aber ein tolles Kompliment. Jederzeit, Schätzchen. Na komm, wir machen dich fertig: Beine rasieren, Haare legen. Ich würde mir lieber eine Kugel in den Kopf schießen, als heute nochmal das volle Programm zu durchlaufen. Ich wollte meinen zicken Auftritt auf dem verdammten Ball einfach nur hinter mich bringen und dann schlafen, bis morgen Nachmittag mein Flieger ging. Aber ich hatte das Gefühl, dass mir ein ruhiger Nachmittag in Vorbereitung auf den Ball nicht vergönnt sein würde, Sabine sei Dank. It's all about amore, stand in riesigen, goldenen Lettern über dem Portal zum hell erleuchteten Palazzo Pisani Moretta. »Großartig. Genau, was ich brauchte.« Ich drehte mich um, um den Gondoliere, der mich hier abgeworfen hatte, zurückzuwinken, weil mein Mut, dort allein reinzugehen, ebenso im Straßenpflaster von La Serenissima versickert war, wie meine Ambition, dem Contarini die Meinung zu sagen. Ein bunt gekleideter Zwerg nahm sich meiner an, umtänzelte mich, nahm meine Hand und führte mich auf das Portal zu. »Eine Schönheit so wie ihr, Königin der Nacht, mag allein zu diesem Ball kommen, aber sie wird nicht allein nach Hause gehen.« deklamierte er mit dem ernsthaftesten Gesicht, das ich je an einem Menschen gesehen hatte. Gehen sowieso nicht, dachte ich böse. Höchstens schwimmen. Und da macht das Kleid sich denkbar schlecht. Wenigstens war ich bei weitem nicht die Einzige, die allein herkam. Frauen wie Männer entstiegen ohne Begleitung ihren Gondeln, Yachten, Motorbooten. Bei den Kostümen war von freizügig bis furchtbar overdressed alles dabei. Und ich stellte fest, dass ich irgendwo in der Mitte lag mit meinem Baiser-Törtchenkleid. Sehr gut. Denn auffallen wollte ich höchstens einem an diesem Abend. Ihm auffallen und dann nach Hause gehen. Guter Plan. Auch meine Befürchtung, dass er maskiert sein würde und ich ihn deshalb womöglich nicht erkannte, war relativ unbegründet. Denn es dauerte nicht lange, bis ich feststellte, dass nur wenige Frauen und fast gar kein Mann hier wirklich maskiert war. Einige wenige Augenmasken, die aber vorwiegend auf eine Betonung der Augenpartie ausgelegt waren und nicht darauf, eine Identität zu verbergen. Hier wollte man sehen und vor allem gesehen werden. Ich verstand, warum der Winterkönig gesagt hatte, das sei nicht seine Szene. Das hier waren in allererster Linie Berühmtheiten aus Film und Fernsehen, die meisten Italiener. Einige wenige ausländische Stars erkannte ich auch, vermutlich ergänzt durch ein paar steinreiche Industrielle. Was erklärte, warum einer wie der Erbe und seit neuestem Besitzer von La Giarretiera jedes Jahr hier anwesend war. Egal wie man es betrachtete, ich war hier ganz und gar viel am Platze. Hoffentlich war der Strapsbaron pünktlich hier sodass ich ebenso pünktlich meine Mission erfüllen und wieder verschwenden konnte. Ein Harlekin am Portal, die Mundwinkel extrem deutlich nach unten geschminkt, sodass er aussah, als würde er jeden Moment vor Wut platzen, verlangte wortlos nach meiner Eintrittskarte. Er wechselte ein paar Worte mit einem spindeldürren Pagen, der abwartend neben ihm stand und mir, nachdem der Harlekin mein Ticket zurückgab, winkte, ihm in den Raum zu folgen. Der Page wies mir den Weg zu dem Tisch, an dem ich für das Dinner vor dem eigentlichen Ball sitzen sollte. Aber mein Namenskärtchen, auf dem nicht mein Name stand, sondern schlicht Stadthofer, musste ich schon selbst finden. Klar, die Laufburschen hier hatten eine Menge zu tun, um ganzen Hundertschaften von edlen Gästen ihre Plätze zu zeigen. Überall Kerzen, Kronleuchter, Glitter, Flitter. Mein beseet fiel nicht nur auf, es sah aus wie Teil der Dekoration. Ein Blick zur Uhr sagte mir, dass es noch gut eine Dreiviertelstunde war bis zum Dinner. Ich beschloss, mich ein wenig umzusehen und verwarf die Idee, mit Brotkrumen meinen Rückweg abzusichern. Die Tische waren nummeriert und ich ging einfach mal davon aus, dass der Ballon, auf dem die Nummer 13 geschrieben war, oh ja, natürlich hatte mein Tisch die Nummer 13, nicht innerhalb der nächsten halben Stunde platzen und mich orientierungslos zurücklassen würde. Auf der Tanzfläche vertrieben ein paar halbnackte, maskierte Akrobaten den Frühankommern die Zeit. Ich sah eine Weile zu. Doch dann fing eine Szene in einem halbdunklen Alkoven mein Interesse ein und mir blieb beinahe das Herz stehen. Es war so nah, so verdammt nah dran an dem, was ich gestern erlebt hatte. Ein paar wenige Zuschauer hatten sich eingefunden. Nicht viele drangen so weit vor auf der Suche nach Zeitvertreib. Eine junge Frau in kurzem, hellem Rock, passendem cremeweißem Höschen und nacktem Oberkörper führte eine Mischung aus Seiltanz und Pole-Dancing vor. Nur zwei kleine weinrot schimmernde Plättchen waren auf ihre Brustwarzen geklebt. Und wegen des schwachen Lichts und weil Rock und Slip von so heller Farbe waren, wirkte sie tatsächlich nackt. Sie wand sich um das herabhängende Seil, das eigentlich wie ein langer, halb aufgerollter und ebenfalls cremeweißer Schal aussah und von der Decke des riesigen Raumes bis zum Boden reichte. Wie viele von denen, die ihr zusahen, erkannten, dass das, was sie davor führte, wie eine tänzerische Form des Shibari wirkte? Ich dachte an die Worte des Winterkönigs. Viele von denen, die du hier heute siehst, werden auch morgen auf dem Ball des Dogen anwesend sein. War die junge Frau gestern auf der Party in der Villa gewesen? Oder jemand von denen, die ihr zuschauten? Mein Herz puckerte. Ich trat näher. Mein Blick fiel auf die beiden Männer, die rechts der kleinen Bühne standen, Champagnergläser in den Händen, dem Mädchen halb zusahen und miteinander redeten. Der, der mir das Gesicht zuwandte, war war das ein Zufall? War das echt? Ein Doppelgänger? Es war der Mann, dem ich am Flughafen Milchkaffee über das Hemd geschüttet hatte. Ich hatte einen riesigen Kloß im Hals. Er war zu weit weg, es war zu finster. Das konnte eine Sinnestäuschung sein. Ich ging zaghaft näher. Der Mann sagte etwas. Ich war jetzt nah genug, dass ich die kleine steile Falte sehen konnte, die sich auf seiner Stirn bildete. Er trug das vielleicht verrückteste Kostüm des Abends, das Kostüm eines orientalischen Kriegers, weite, rotglänzende Hosen. Über seiner nackten, perfekt ausgebildeten Brust kreuzten sich edelsteinverkrustete Schwertriemen. Wenigstens würde ich ihm heute kein Hemd mit Kaffee oder Champagner oder ähnlichem versauen, dachte ich. Der andere drehte sich um. Nicolo Contarini. Der ganze Mut, den ich gesammelt hatte, zerbröckelte und zerfloß wie eine Sandburg im Regen. Dann passierte alles gleichzeitig. Contarinis Augen weiteten sich. Chocolatina, sagte er. Oh Gott, Verstehen rang mit Verleumdung in meinem Kopf. Er vergaß, den Mund zu schließen. Sein Gesicht verlor jede Farbe. Überraschung wandelte sich in Entsetzen. Nein, ich hatte es genau gehört. Ich starrte ihn an, schnappte nach Luft. Das hatte er nicht gesagt. Nicht Chocolatina. Das konnte er nicht gesagt haben. Denn wenn er das gesagt hatte, ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich den anderen Mann, den Mann vom Flughafen, die nackte Brust, perfekt definierte Muskeln. Meine Knie wurden weich, Tränen schossen mir in die Augen. Alles machte plötzlich Sinn. Nein, nur noch ein Wimmern. Ich glaubte nicht, was ich sah. Das war nicht wirklich, das war nicht. Ich riss mir den hochaufgetürmten Kopfschmuck aus Federn und Perlenschnüren herunter. Auf die Perücke hatte ich von vornherein verzichtet, weil ich gewollt hatte, dass Contarini mich erkennen würde. Auf die Federn hatte Sabine bestanden. "Du bist ein Hühnchen", hatte sie gelacht, als sie das Monstrum mit Haarnadeln auf meinem Kopf festpinte. Mir war nicht mehr nach Lachen zumute. Im Gegenteil. In diesem Moment glaubte ich, nie wieder lachen zu können. Ich riss das Zeug herunter, die Nadeln rissen an meinen Haaren, mehr Tränen schossen mir in die Augen. Nein. Meine Fassung zerplatzte. Ein lauter Knall in meinen Ohren. Diesmal schrie ich. Ich warf Contarini die Federn und Perlenschnüre an den Kopf, kämpfte den Drang nieder, ihm meine Fingernägel über das Gesicht zu ziehen. Das hatte er nicht mit mir getan. Das hatte er nicht. Aber er hatte. Alles eine Lüge. Versprich mir dass du dich nicht mehr benutzen lässt. Niemand hatte mich je mehr benutzt als er. Ich starrte ihm in das Gesicht, auf die schmalen, perfekt geformten Lippen, die sich so gut auf meiner Haut angefühlt hatten. Auf die Finger, die Schmerz und Lust bereiten konnten. In die Augen, die er mich nie hatte sehen lassen. Auf das glatt rasierte Kinn. Milano, ja? Ich wusste, dass ich schrie. Und es war mir egal. Du bist nach Milano gereist, weil dir das Larina Schente wichtiger ist als der Lederhosenladen Stadthofer. Du wirst nicht auf dem Ballo del Doge sein, weil das nicht die Szene des Winterkönigs ist. Was bist du? Du hast mich angelogen. Du hast gesagt, du erträgst es nicht, wenn deine Sklavin dich anlügt. Und selbst lügst du so schamlos, dass. Du bist ein Tyrann, Nicolo Contarini. Ein Lügner. Ein Bastard, der es nicht verdient, dass sich ehrliche Menschen mit dir abgeben. Clara, der andere trat vor. Der Mann vom Flughafen, streckte die Hand nach mir aus. Seine Bewegung, fließende Eleganz wie eine Raubkatze. Ich wich zurück. Der Prinzipale. Fassen Sie mich nicht an. Die ganze Enttäuschung, der ganze Schmerz. Sie hatten mich so verletzt, alle beide. Sie hatten. Oh Gott, all die Dinge, die Sie mit mir getan hatten. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie die Akrobatin ihre Vorführung abbrach. Diese Szene zwischen den beiden hinreißend aussehenden Männern und dem Bersetörtchen war so viel interessanter. Ich drehte mich um. Ich konnte diese beiden Männer nicht einen Augenblick länger ansehen. Ich lief ein paar Schritte, bemerkte, dass meine Schuhe für eine überstürzte Flucht nicht gemacht waren, kickte sie von mir. Sabine würde Ärger bekommen, weil ich sie liegen ließ, obgleich sie nur geborgt waren. Sabine würde alles zurückgeben müssen. Die Schuhe würden fehlen. Und es war mir egal. Alles war mir egal. Alles. Nur nicht diese Scham in meinem Inneren und die Wut und die Enttäuschung. Blind vor Tränen rannte ich quer über die Tanzfläche, schob Akrobaten zur Seite, schubste eine Frau aus dem Weg, die beinahe stürzte. Clara. Es war die Stimme meines Winterkönigs. Und doch auch nicht. Es war die Stimme von Nicolo Contarini. Ich presste mir die Hände auf die Ohren und rannte. Kostümierte Menschen sprangen zur Seite. Wo war der Ausgang? Ich schlug einen Haken hängte mich an einen Pagen, der ein Pärchen an einem der Tische abgeliefert hatte und eiligen Schrittes auf dem Weg zurück zum Portal war. Ich wollte nur noch weg hier. Wenn ich gekonnt hätte, ich wäre bis nach München gerannt und es wäre nicht weit genug gewesen. Blind warf ich meine Sachen in den Koffer. Mein Nachthemd, die Aktentasche, benutzte Unterwäsche. Keine von La Jarretiera natürlich. Ich sah nichts. Meine Hände zitterten so stark, dass ich den Koffer verfehlte. In heißen Bächen liefen mir die Tränen über die Wangen. Clara versuchte es, Biene nun schon zum wiederholten Mal zu mir durchzudringen. Sie hob das verirrte Höschen vom Boden und platzierte es in den Koffer. Clara, du bekommst doch jetzt keinen Flieger. Da nehme ich einen Zug. Ich zog meine Nase hoch. Vergebens. Da waren zu viele Tränen, die noch darauf warteten, geweint zu werden. Irgendwo in einem kleinen Teil meines Hirns fragte ich mich, wo die alle herkamen. Ich hatte so viel geweint in den letzten drei Tagen wie wahrscheinlich den Rest meines Lebens zusammengenommen nicht. Ich schrak zusammen, als ich Hände auf meinen Schultern fühlte. Sanften Druck. Fast so sanft wie. Nein, ich würde nicht an ihn denken. Nicht einmal das war er wert. Klara, jetzt sei doch vernünftig. Du kommst jetzt nicht so auf die Schnelle nach München. Und morgen geht dein Flieger doch sowieso. Vernünftig? Wut riss an meinen Gesichtsmuskeln. Verzerrte meine Miene, bis sie sicherlich nur noch eine Fratze war. Meine Hände schlossen sich um den Gegenstand in meiner Hand. Das verfluchte Portfolio. Die Präsentation, in die ich tagelange Überstunden investiert hatte, um sie auf Vordermann zu bringen und Contarini damit zu beeindrucken. Contarini, der mich eiskalt hatte abblitzen lassen. Was für ein perfides Spiel. Noch ehe Sabine reagieren konnte, schmetterte ich das Teil von mir. Zwei Seiten fielen aus der Ringbindung, als es gegen die Wand krachte, laut. Und dabei eines von Bines gerahmten Fotos ordentlich ins Schwanken brachte. Ich geb dir vernünftig! Rasend griff ich nach dem nächstbesten Teil in meinem Koffer. Mein Beautycase. Ist das hier vernünftig? Ja? Ich holte aus. Sabine fing meinen Arm. Einen Wimpernschlag lang standen wir so. Sie hielt mich. Mein Herz raste. Wut. So viel Wut. Aber da war noch mehr. Enttäuschung. Scham. Grenzenlose Verzweiflung. Der Damm war gebrochen und die Emotionen rollten an, brachen über mir zusammen. Eine wilde Woge, nicht aufzuhalten, durch nichts. Schluchzer beutelten mich. So stark, dass ich nicht mehr wusste, wo ich war, was ich war. Was hatte ich getan? Oh Gott, was hatte ich getan? Vor was für einem Mann hatte ich mich nackt gemacht? Nackt bis auf den Grund meiner Seele. Ich schlug mir die Hände vors Gesicht, brach in die Knie, machte mich klein. Ganz klein. Woge um Woge des Schmerzes rollte über mich hinweg und irgendwo, ganz weit weg, da war Sabines Stimme, die mich tröstete, und ihre Hände, die mich streichelten. Ich habe in seinen Arm gelegen, schluchzte ich. Die Worte kaum wahrnehmbar, so verzerrt klang meine Stimme. Gott, ich bin eine solche Idiotin. Ich, ich habe in seinen Arm gelegen und ihm vorgeheult, wie schlimm es für mich ist, dass die Verträge nicht zustande gekommen sind. Sie ließ mich reden, wiegte mich hin und her, ohne etwas zu sagen. Es tröstete mich irgendwie. Und auf eine andere Weise, das schmerzte dieser Trost noch mehr, denn er war so nah dran an dem, was ich mit ihm erlebt hatte, wie er mich gehalten hatte und beruhigt. Weißt du... <laughs> Wieder musste ich meine Nase hochziehen, damit ich wenigstens ein paar Worte hervorpressen konnte. Weilst du ihm ist aber einer abgegangen, dass ich mich so fertig gemacht habe, deshalb... Ich hab mich. Wieder ein Schniefen. Ich hab mich so nackt gemacht, Biene. Ein leises Kichern brach durch meine Tränen. Davon bin ich ausgegangen, Süße. Ich konnte nicht anders und musste auch ein wenig lachen. Der Scherz war lahm und nicht besonders originell. Aber immerhin. Besser als nichts. Besser als dieser grenzenlose Schmerz. Sobald ich das nicht, ich. Ich habe ihm wirklich geglaubt, weißt du? Er hat gesagt, nach der ersten Nacht, dass er meine Seele in der Hand halten will. Und Gott, wirklich. Ich habe sie ihm gegeben. Ich hätte ihm. Ich hätte ihm alles gegeben. Und das ist so schlimm? Die Frage war nicht grausam. Sie hatte durchaus ihre Berechtigung. Machte es wirklich so einen großen Unterschied, wer es gewesen war, der mich gehalten hatte die letzte Nacht und mit mir in den Himmel gereist war? Ich wischte mir die Tränen von den Wangen und nickte. Er hätte es mir sagen müssen. Ich habe ihn so oft nach seinem Namen gefragt. Ich habe ihm vertraut, dass das lässt sich nicht so einfach wieder gut machen. Nein Hühnchen, das lässt es sich wahrscheinlich nicht. Aber es ändert doch auch nicht wirklich etwas. Du fliegst morgen wieder zurück und sagst Stadthofer, dass es nicht geklappt hat mit der Lizenz. Und dann machst du deinen Job ganz einfach weiter wie bisher. Niemand wird je erfahren, was zwischen dir und dem Strapsbaron passiert ist. Es war ein Traum, das hast du doch selber gesagt, einfach nur ein Traum, der zu einem Albtraum wurde, als ich verstanden hatte, wer er war. Es war die Berechnung, die hinter all dem steckte, die mich so sehr kränkte. Er hatte selbst dafür gesorgt, dass ich am Boden lag, nur um mich dann stützen zu können. Es war ein Spiel gewesen, ein grausames, gemeines Spiel. Niemand hatte mich gefragt, ob ich mitspielen wollte. Ich hätte ihm verzeihen können, vielleicht. Wenn er es mir selbst gesagt hätte. Gestern im Auto zum Beispiel. Er hatte so viele Gelegenheiten gehabt und so viele Gelegenheiten verpasst. Guten Morgen, Frau Hummel. Die Rezeptionistin Christiane lächelte mir zu. Hatten Sie ein schönes Wochenende? Oh Gott, genau das, was ich nicht gebrauchen konnte. Gut gelaunte Rezeptionistin am Morgen, die all meine schmutzigen Stories vom Wochenende hören will auch ohne das kostete es mich genug Kraft, heute im Büro anzutanzen und professionelle Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich lächelte sie unverbindlich an und wies auf meine Armbanduhr, um ihr zu signalisieren, dass ich spät dran war. "Herr Stadthofer und die anderen sind im Konferenzraum", erklärte sie strahlend, "als sei es meine Pflicht, als letzte dort aufzukreuzen. Kaffee und belegte Brötchen warten auch schon." "Oh, und" ich winkte ab und beeilte mich, durch die Tür zu kommen. Ich wollte es hinter mir haben. Ich hatte extra den größeren meiner beiden Aktenkoffer genommen und noch zwei Stoffbeutel hineingestopft, um meine wichtigsten persönlichen Sachen gleich einpacken zu können, wenn David mich feuerte. Ich schloss die Tür zu meinem Büro auf, stellte den Aktenkoffer ab und zog meinen Mantel aus. Ich wusste, dass ich Zeit schindete. Egal. Ich hängte den Mantel an den Haken hinter der Tür, fuhr meinen PC hoch, setzte mich. Während ich wartete, nahm ich meine Unterlagen aus dem Aktenkoffer. Nicht, dass ich allzu viel vorzuweisen hatte. Ich hatte gar nichts vorzuweisen. Ich seufzte, überflog die Betreffzeilen der in Abwesenheit eingegangenen Mails und schloss das Browserfenster wieder. Der Kaffeeduft, der von der Rezeption herüberzog, machte mir Kopfschmerzen. Koffein. Gute Idee. Ich nahm die Mappe mit den Venedig-Unterlagen und machte mich auf den Weg zum Aufzug. Der Konferenzraum befand sich zusammen mit den Büros der Geschäftsleitung und der Marketingabteilung im vierten Stock. Hinter der Glastür zu dem Büro, neben dem von David, hockte die Schlampe. Seine einstige Sekretärin, jetzt erste Assistentin im Marketing. Es ging immer noch schlimmer. Sie hatte ich ganz bestimmt nicht sehen wollen. Sie warf mir einen kühlen Blick zu und wandte sich zurück an ihre spannenden Unterlagen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee hing als schwere Wolke im Foyer. Ah, da ist sie ja. Davids Stimme klang uncharakteristisch froh, als ich mich durch die angelehnte Tür ins Konferenzzimmer schob. In den letzten Wochen hatte mein Auftauchen gewöhnlich ein definitives Herabziehen seiner Mundwinkel nach sich gezogen. Jetzt wusste ich auch wieder, wem der Harlekin an der Pforte des Palazzos in Venedig so ähnlich gesehen hatte. Ich prallte zurück. An der Kopfseite der langen Tafel, eingerahmt vom Flipchart und sehr vorteilhaft ausgeleuchtet von der Morgensonne, die schräg durch das Fenster hereinfiel, saß Nicolo Contarini. Er sah mir entgegen, das Gesicht ausdruckslos, vielleicht ein wenig abwartend, was ich tun würde. Es war sein Mund, diese scharf gezeichneten, schmalen Lippen. Ich schluckte hart, legte meine Mappe auf den Tisch ab, ging zum Fenster und ließ die Jalousien runter. Meine Finger zitterten kaum merklich dabei und ich krallte sie um den Kurbel. Nicolo Contarini am Morgen war schwer genug zu verarbeiten. Nicolo Contarini im Sonnenlicht war unerträglich. Unglücklicherweise brachte der Weg zum Fenster mich in die Reichweite seines Aftershaves und der Duft nach Zitrus und exotischen Gewürzen schlug nach mir wie mit einer Keule. David sah mir mit gerunzelter Stirn zu. "Clara, ist alles in Ordnung?" "Bestens, danke." sagte ich kurz angebunden. Ich nehme an, du erinnerst dich an Signor Contarini. Seine Stimme war lauernd. Nur ein bisschen, dachte ich. Ich kniff die Lippen zusammen. Wut, Clara. Wut ist gut und steht dir zu. Ich sah ihn an. Selbst jetzt noch konnte ich ihn in der Maske sehen. Und ein bisschen war ich wütend auf mich selbst, dass ich ihn wirklich nicht erkannt hatte. Wer außer ihm hätte das sein sollen, der Mann in der Maske? er hatte sich seit samstagabend nicht rasiert der bartschatten auf wangen und kinn dunkel und so einladend mit den händen darüber zu streichen noch nicht wieder der kurze bart wie bei unserer ersten begegnung im hauptquartier von la Tierra aber auf dem besten weg dorthin wut clara ich hatte leider nicht das vergnügen signor contarini allzu oft zu begegnen während ich in venedig war erwiderte ich kalt und konnte sehen wie er zusammenzuckte so was hast du dann dort gemacht david stand die verwirrung ins gesicht geschrieben ich bin sicher, das kann Signor Contarini sehr gut selbst beantworten. Genau genommen, wenn ich darüber nachdenke, wundert es mich, dass er das nicht schon in all seiner Blumigkeit vor dir ausgebreitet hat, David. Wut, Clara. Ich merkte, dass ich übers Ziel hinausschoss, aber es war mir egal. Ich hatte meinen Job verloren. David war dabei, mich zu feuern, und ich schuldete Nicolo Contarini eine Szene. Contarini erwachte aus seiner Starre. Setzte sich ein wenig gerader hin und schob wortlos die Papiere, die vor ihm auf dem Tisch lagen, zu mir herüber. Ich hatte mich noch nicht einmal gesetzt. David stand neben dem Tisch mit den Thermoskannen und den belegten Brötchen. Da waren noch drei Männer im Raum, aber ich hatte einfach noch keine freie Gehirnzelle in meinem Kopf gefunden, um überhaupt zu realisieren, wer sie waren. Abteilungsleiter aus dem Kaufhaus erkannte ich jetzt. Contarini sah mich nicht mehr an. Du möchtest dir das vielleicht ansehen, Clara, sagte er sehr leise. Es war ungewohnt, ihn Deutsch reden zu hören. Die fast fehlerfreie Aussprache, der leichte Akzent. Bei unserer einzigen Begegnung in seinem Hauptquartier hatte ich ihn dafür bewundert. Jetzt hasste ich ihn dafür, weil es die Täuschung gleich nochmal so viel greifbarer machte. Davids Augen wurden groß. Ja, mein lieber Stadthofer Junior, ich habe zwar keine Ergebnisse aus Venedig mitgebracht, aber immerhin bin ich mit dem großen Contarini auf Du und Du. Das ist, was passiert, wenn zwei Menschen miteinander vögeln, auch wenn einer von ihnen nicht mal weiß, mit wem er fickt. Ich griff nach den Akten, ohne Contarini anzusehen. Ich wusste, dass ich einbrechen würde, wenn ich zuließ, dass er meinen Blick mit seinen Augen auffing, Und ich durfte nicht einbrechen. In meiner Hand hielt ich die Lizenzverträge. Stadthofer als alleinige Adresse in ganz Deutschland, die zukünftig La Jarretiera de Sus und Strumpfwaren verkaufen würde. Sowohl David als auch Contarini hatten unterschrieben. Eine Unterschrift fehlte noch. Meine. Ich hob den Kopf, sah ihn an, sah ihm in die Augen. Da war so viel Emotion darin, Gefühle, die ich nicht einordnen konnte, vielleicht nicht einordnen wollte, weil mein Herz einfach in zu viele Einzelteile zersprungen war, so dass ich nicht zulassen konnte, dass der Mann, der Schuld daran trug, zu mir durchdrang. Es tut mir leid, Clara, sagte er. Nur ein Bewegen seiner Lippen. Niemand außer mir konnte das gehört haben. Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Ich habe das nicht gewollt. Dafür, dass du das nicht gewollt hast, hast du dir sehr große Mühe gegeben. Gib mir eine Chance, Tschukul. Er brach ab. Er wusste, dass das ein Fehler sein würde. Und ich hielt ihm zugute, dass er es wusste. Ich schob die Verträge zurück unter seine Finger. Entgegen dessen, was Sie vermutlich von mir denken, Signor Contarini, bin ich nicht käuflich. Sie können die Verträge gern wieder mit nach Hause nehmen. Ich lege keinen Wert darauf. Clara! Das war David. Ich fuhr zu ihm herum. Du hast keine Ahnung, was in Venedig passiert ist, David. Nein, offensichtlich nicht. Erleuchte mich. Ich nahm meine Mappe an mich. Das kann Signor Contarini tun. Und dann dürft ihr beide untereinander entscheiden, was mit diesen Verträgen wird. Lass mich wissen, ob ich morgen noch einen Job habe, David. Ruf mich einfach an, wenn ihr fertig seid. Ich lege keinen Wert darauf, dieselbe Luft zu atmen wie dieser Herr. Mit erhobenem Kopf stolzierte ich zur Tür. Hielt nicht an. Ließ die Männer in der Wolke aus Kaffeeduft und dem Geruch von Salamibrötchen zurück. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. In meinem Rücken hörte ich seine Stimme. Ich schlang die Arme um mich beschleunigte meinen Schritt. Nur noch wenige Meter. Die Aufzugtüren schimmerten bereits hinter dem Tresen der Chefsekretärin. Eine Tür klappte. Ich hämmerte auf den Rufknopf. Komm schon. Komm. Die Leuchtanzeige zeigte den zweiten Stock an. Den dritten. Wieder und wieder drückte ich auf den Knopf. Eine lächerliche Geste. Natürlich wusste ich, dass ich damit den Aufzug nicht beschleunigen konnte. Vierter Stock. Die Türen glitten auf. Schritte von Ledersohlen auf blank poliertem Laminat. Ich sah mich nicht um, machte einen großen Schritt über den schmalen Spalt zwischen Fahrgastkabine und Stockwerk. Die Schritte beschleunigten sich. Erdgeschoss. Ich drückte auf den Knopf für das Erdgeschoss, hämmerte auf das Zeichen, um die Türen vorschnell zu schließen. Alles geschah wie in Zeitlupe. Das leise Knirschen, mit dem sich die Edelstahltüren in Bewegung setzten, aufeinander zuglitten. Fast, beinahe hatte ich es geschafft. Er konnte nicht wissen, wo mein Büro war. Nur noch eine Sekunde. Clara, warte! Fest drückte ich meinen Zeigefinger auf den Knopf. Fester, noch fester. Geh zu, bitte, bitte, geh zu. Seine Finger waren es, die ich als erstes sah. Diese wunderschönen langen Finger, von denen ich wusste, wie sie sich auf meinem Körper anfühlten. Ein Schauer ran durch meine Adern. Die Aufzugtüren blockierten, ruckten einmal, glitten wieder auf. Resignation brannte hinter meinen Augen und er stieg ein. Natürlich schlossen sich diesmal die verdammten Türen viel schneller als zuvor. Zumindest kam es mir so vor. Er sagte nichts, wartete, bis sich die Tür ganz geschlossen hatte. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, drehte mich um. Wie lange konnte eine verdammte Aufzugfahrt vom vierten in den ersten Stock schon dauern? Ein paar Sekunden. Ich konnte das überstehen. Er konnte mich zu nichts zwingen. Klar, ich will es nicht hören, unterbrach ich ihn. Es gibt nichts mehr zwischen dir und mir zu sagen. Wie ein Pfeil schnellte seine Hand vorwärts. Einen halben Herzschlag dachte ich, er wollte mich berühren und ich rüstete mich. Rüstete mich für die Berührung, für die Elektrizität, die dann unter meiner Haut hindurchschießen würde. Für die Verbindung, die ich gefühlt hatte, bei jeder einzelnen seiner dreimal zur Hölle verfluchten Berührungen. Sie kam nicht. Er fasste mich nicht an, sondern betätigte den Notstoppknopf. Mit einem Ruck kam der Aufzug zum Stehen und ich verlor beinahe das Gleichgewicht. Zu viel. Das war einfach zu viel. Du wirst mir zuhören, Schokoladiner. Und wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das zu erreichen, dann muss es eben so sein. Wie selbstverständlich hatte er zurück ins Italienische gewechselt. Ich wusste, warum er das tat. Und ich hasste ihn dafür, dass es wirkte. Seine Stimme, so vertraut, so lieb auf diese Weise, so, so lieb. Er bat nicht darum, dass ich ihn anhörte. Er bat niemals. Egal, ob er nun der Schneekönig war oder Nicolo Contarini, der verfluchte Strapsbaron. Ich schnaubte. Schnauben war gut. Und es versteckte so vieles. <laughs> Dann leg mal los. Mir blieb ja doch nichts anderes übrig. Da konnte ich genauso tun, als wäre es meine eigene Wahl, ihm zuzuhören. Es war das erste Mal, seit ich ihn kannte, rang Nicolo Contarini um Worte. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, eine Geste so untypisch für ihn, dass ich ihn am liebsten in die Arme genommen hätte. Stattdessen krallte ich die Hände in den Stoff meines Blazers. Zuerst war es eine Idee von Tizian, der Principale, schob er nach. Er musste meine Verwirrung gesehen haben. Ich hatte ihn zum Flughafen geschickt, weil ich herausgefunden hatte, mit welcher Maschine du kommst. Ich hatte ihn hingeschickt, um herauszufinden, wer die Frau ist, die Stadthofer mir schickt. Und er hat dein Gespräch angehört mit Sabine. Er kann ganz passabel Deutsch. Er war mal ein Jahr in Deutschland. Du hast ihm gefallen. Natürlich. Wieder der Griff in die Haare. Leicht schüttelte er den Kopf. Natürlich hast du ihm gefallen. Wem könntest du nicht gefallen? Und er hat mich angerufen und gefragt, ob ich dich nicht dazu verführen könnte, mit auf den Ball zu kommen. Ich. Ich habe abgelehnt. Zuerst. Aber dann warst du da. Im Danieli. Und du warst so stolz, selbstsicher, professionell. Fast schon arrogant. Als könnte dir nichts und niemand etwas anhaben. Du warst alles, was ich an Stadthofer hasse. Ich wollte dich brechen. All diese Selbstsicherheit. Und ich wusste, dass ich es tun könnte. Du warst in meiner Hand. Ich könnte dir die Verträge verweigern in meinem Büro und Höhepunkte in meinen Fesseln. Und du würdest leiden und weinen und zerbrechen für all das, was du warst. Oh danke, Nicolo, das macht es wirklich besser. Ich streckte die Hand aus, um den Aufzug wieder in Gang zu setzen. Ich musste mir das wirklich nicht noch länger anhören. Aber so war es doch nicht. Seine Stimme klang jetzt verzweifelt, lauter. Er war nicht mehr der Schneekönig, jetzt war er ein Mann. Nein, kein Mann. Ein kleiner Junge, der gespielt und sich verrechnet hatte. Ich musste nicht mehr um Wut kämpfen. Wut war verschwindet. Er war sie gar nicht wert. Er war ein Kind. Ein kleines, trotziges Kind, das nicht bekommen hatte, was es wollte. Das ich rächen musste. Ich war es, die in seinen Weg geschlittert war. Und nur deshalb hatte ich den Kürzeren gezogen. Ich hatte mich getäuscht. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so in einem Menschen getäuscht. Ich bin dir nachgegangen an diesem ersten Abend, um dich zu verführen und um dich leiden zu lassen. Aber dann habe ich dich gesehen. Das erste Mal habe ich dich wirklich gesehen und ich konnte das nicht mehr. Ich habe gesehen, wie viel dir das alles wert war, la Charretiera, die Verträge. Dabei warst du doch nicht einmal eine Stadthofer. Du warst ja nur die kleine Einkäuferin, das Bauernopfer. Und du warst so schön. Ich wollte dich nicht mehr brechen. Ich wollte dich nur noch halten, dich trösten für das, was ich dir angetan hatte. Aber Stadthofer. Ja, genau, Stadthofer. Meine Geduld hatte ein Ende. Ich entriss ihm meinen Arm, drückte wieder auf den Knopf für den ersten Stock. Diesmal ließ er mich. Der Aufzug setzte sich in Bewegung. Du bist alles, was ich mir je gewünscht habe. Er sprach leiser, eindringlich. Auf dem Ball, als du dich ganz in meine Hände gegeben hast, ich wollte dir alles sagen, später, nachdem ich den Rest wieder gut gemacht hatte. Der Termin heute. Ich hatte ihn schon ausgemacht, bevor du mich auf dem Ballo del Doge gesehen hattest. Ich wusste doch nicht, dass du dort sein würdest. Hätte ich es gewusst, ich. Clara, bitte, ich bin. Du nimmst mir den Atem, so sehr bewundere ich dich. Der Aufzug kam zu einem Halt. Langsam glitten die Türen auf. Mein Hals war eng, meine Brust noch enger. Ich zwang meine Arme dazu, sich aus dem Stoff zu lösen, bis sie scheinbar locker an meinen Seiten lagen, hob mein Kinn. Leb wohl, Nicolo. Das Band um meine Kehle wurde enger, enger und enger. Drei Türen den Floh hinab war mein Büro. Ich konnte es schaffen. Nur noch ein paar Schritte, dann dürfte ich zusammenbrechen. Er blieb zurück. Ich sah ihn nicht mehr. Nur die Aufzugtüren hörte ich, als sie sich wieder schlossen. Als ich am Nachmittag nach der Mittagspause in mein Büro zurückkehrte, fand ich David, der auf mich wartete. Überrascht, blieb ich in der Tisch stehen. Mein Büro war mal sein zweites Zuhause gewesen, aber das lag nach dem vergangenen Wochenende so lange zurück, als sei es in einem anderen Leben geschehen. Er saß mit der Hälfte seines Hinterns auf der Schreibtischkante und grinste mich suffisant an. Was willst du, David? fragte ich müde. Meine Kündigung hättest du mir auch einfach auf den Tisch legen können. Du musst nicht in meiner Niederlage baden. Ich feure doch nicht das beste Pferd in meinem Stall, <laughs> sagte er und lachte hässlich. Ich hätte dir gar nicht zugetraut, dass du dich auch von Contarini reiten lassen würdest. Hätte ich damit auch nur halb gerechnet, hätte ich dich viel früher dorthin geschickt. Ich schnaubte und ließ mich in meinen Drehstuhl fallen. Davids Art zu reden kannte ich zur Genüge. Ich hatte kein Problem damit, dass er es liebte, in das ernsteste Gespräch sexuelle Innuendi einfließen zu lassen. Er brachte das sogar in Vorstandsmeetings. Es war erstaunlich, dass er dieses Gespräch in meinem Büro führte und nicht vor der Abteilungsleiterversammlung. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte das gar nicht funktioniert, David, denn die wichtigste Zutat war immerhin sein Kostüm. Hat er das verschwiegen? Er hat nicht viel gesagt, leider. Ich musste mir zusammenreimen, was passiert ist, und du bestätigst gerade, was ich mir da ausgemalt habe. Hübsche Vorstellung, aber eigentlich nicht wirklich überraschend. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Ich drückte das Kreuz durch und starrte ihn an. Wie meinst du das? Was war das? Nutzte er ausgerechnet diese Situation, um mir unter die Nase zu reiben, dass ich ein Zufallsprodukt war, dass da auch mein schöner Name nichts helfen konnte? Gezeugt auf der Durchreise. Nur ein kleines Andenken an die amerikanische Besatzung und ihre GIs. Er hob Nonchalant die Schultern und spielte mit den Kugelschreibern in meinem Stiftebehälter. Man hört so das ein oder andere. Sein Vater? War der auch so? Ich klammerte mich an diese Option. Der Mann, mit dem ich zwei Jahre Tisch und Bett und eine mögliche Zukunft geteilt hatte, konnte unmöglich meine Niederlage nutzen, um mir meine eigene Unzulänglichkeit unter die Nase zu reiben. Sein Vater. Ich glaube, er genoss das. Er schwelgte in dem Wissen, dass ich nach Informationen lechzte, ganz egal, wie sehr ich mir einredete, dass mir Nicolo Contarini egal war. Er kostete jede Sekunde davon aus. Von dem weiß ich nicht viel. Als er den Laden hatte, hatten wir doch mit deren Sache nichts am Hut. Du weißt doch, dass Contarini in Mannheim aufgewachsen ist, oder? Ich habe sowas gehört. Also war seine Mutter. Seine Mutter war eine Hure, sagte David inbrünstig und in einem Ton, als würde ihm jedes Wort wie Zucker auf der Zunge zergehen. Die hat sich durch alle Handbetten geschlafen. Alle, wo sie sich was von versprochen hat. Unter anderem eben auch das von Contarini senior. Geheiratet hatte sie aber trotzdem nicht. Ihr nur das Ball gemacht und sie sitzen lassen. Und was noch für Betten? Mein Misstrauen war geweckt. Irgendwas stank hier zum Himmel. Nikolos Worte echoten in meinem Ohr. Alles, was ich an Stadthofer hasste. Das ein oder andere? David stand von meiner Schreibtischkante auf und legte seine Finger unter mein Kinn. Ich bin ja nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich ganz sicher nicht feuern werde. Stadthofer verdankt dir den Jarretiera-Account, und zwar zu richtig guten Konditionen. Ich müsste dich befördern, aber Chefeinkäuferin bist du ja schon. Er grinste und ich zog mich zurück, sodass er mein Kinn losließ. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, zischte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen. Er lachte laut auf. Da wette ich drauf. Er hat ja einen ziemlichen Ruf, der Strapsbaron. Man sagt, in dieser Hinsicht gerät er nach seiner Mutter. Wenn du Lust auf einen Kaffee hast, komm hoch in den vierten. Contarini ist abgereist. Immer noch lachend verließ er mein Büro. Ich legte meine Hand auf die Computermaus und startete Google. Google weiß alles, dachte ich. Google würde auch wissen, was es über Nicolo Contarinis Mutter und ihre angeblich so zahlreichen Affären zu wissen gab. Die Gerüchte hielten sich, dass wer länger als drei Minuten am Randstein in einer Seitenstraße im südlichen Grünwald in seinem parkenden Wagen sitzen blieb, sofort von Polizisten in Zivil angesprochen und vertrieben werden würde. Die Digitalanzeige auf der Uhr über meinem Autoradio hatte sich bereits von 19.54 Uhr auf 20.08 Uhr gequält, und ich saß immer noch hier, den Google-Ausdruck aus dem Büro säuberlich gefaltet auf dem Beifahrersitz. Verdammt, was mache ich hier eigentlich? Ich hatte Alois Stadthofer ein paar Mal getroffen in den zwei Jahren meiner Beziehung zu David. Das waren Empfänge gewesen, offizielle Anlässe. Über viel mehr als ein Handschütteln und ein Bussi auf jede Wange waren wir nie hinausgekommen. David und sein Vater achteten sich. Nicht mehr und nicht weniger. Auf jeden Fall konnte man nicht gerade behaupten, dass Stadthofer Senior und ich uns gut genug kannten, um mir eine Rechtfertigung zu geben, an einem Arbeitstag zur besten Tagesschauzeit an seiner Türschwelle aufzutauchen einer Türschwelle übrigens, die erstaunlich weit von dem vier Meter hohen, weiß gestrichenen Holzeingangstor entfernt war. Aber nun war ich ja schon mal hier. Neben meiner Unsicherheit, ob das alles wirklich so eine gute Idee sei, war da das Nagen in meinem Inneren, jemandem Unrecht getan zu haben. Nein, nicht jemandem. Ihm. Nicolo Contarini. Dem Mann, der für mich drei Tage lang nur eine Fantasie gewesen war und jetzt nach seiner Demaskierung und seiner Entschuldigung so viel mehr. Er hatte mich geweckt auf so vielen unterschiedlichen Wegen und irgendwas sagte mir, dass ich nie wieder würde ruhig schlafen können, wenn ich nicht herausfand, was es auf sich hatte mit seinem Hass auf die Firma Stadthofer, einem Hass, der ihm in seiner Bitterkeit die Lizenz gegeben hatte zu denken, er hätte das Recht, mich derart zu benutzen. Ich gab mir einen Ruck und griff nach den Ausdrucken, stopfte sie in meine Handtasche und stieg aus. Die Zentralverriegelung meines Mini-Cabrios piepste einmal beim Betätigen, aber ich war schon auf dem Weg zum Eingangstor. Natürlich war es verschlossen. Ich drückte auf die Klingel und wartete, bis ein leises Knacken signalisierte, dass jemand am anderen Ende erschienen war, um zu öffnen. Hallo? kam die verzerrte Stimme von Stadthofer Senior höchstpersönlich. Hallo, Herr Stadthofer. Clara Hummel hier. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so unangemeldet hier auftauche, aber es gibt etwas, das ich mit Ihnen bereden möchte. Hätten Sie ein paar Minuten für mich? Clara? Ich hörte die Überraschung in seiner Stimme, dann das Surren, mit dem der Türöffner betätigt wurde. Ich zweifelte nicht daran, dass eine versteckte Kamera am Tor ihm Aufschluss darüber gegeben hatte, dass ich wirklich war, wer ich behauptete zu sein. Ich schlang meine Daunenjacke enger um mich und machte mich auf den Weg zur Haustür. Der schmale Pfad führte durch einen parkähnlichen Garten, vorbei an Gartenmöbeln unter Plastikhauben und einem abgedeckten Swimmingpool. Sanftes Licht strömte durch die geöffnete Eingangstür. Der Anblick wühlte in meinem Bauch. Die lange Einfahrt, die pompöse Villa, das alles war einfach zu nah dran an meinem Besuch im Phantasialand. Nur mit dem Unterschied, dass ich diesmal allein war. Kein Winterkönig, der meine Hand hielt und Mut spendete. Kein Nicolo, der unerkannt und doch präsent an meiner Seite war. Herr Stadthofer, bitte entschuldigen Sie noch einmal den Überfall. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie mich so kurzfristig empfangen. Ich streckte ihm meine Hand zum Gruß hin und war ein wenig verwundert, dass ich mich im nächsten Augenblick in einer etwas linkischen Umarmung fand. Liebe Clara, ein Küsschen auf meine rechte Wange. Du musst dich niemals entschuldigen. Eines auf die Linke. Was kann ich für dich tun? Ich hoffe, David hat nichts angestellt. Ich bin so froh, dass er dich hat. Ein fast spitzbübisches Funkeln ließ seine Augen blitzen, und ich bekam eine Ahnung von dem Mann, der er einst gewesen sein musste. Reich, gut aussehend, mit diesem frechen Grinsen, das Männer harmlos wirken ließ und sie gleichzeitig gefährlich machte. Ich... Ich griff nach dem Träger meiner Tasche. Sie wissen, dass David und ich nicht mehr zusammen sind? Unmöglich, dass er die ganze Klatschpresse nicht mitbekommen hatte. Aber das Funkeln verglomm und plötzlich war ich mir da nicht mehr so sicher. Nein, ähm, nein. Aber darum bist du nicht gekommen, nicht wahr? Er schüttelte sich ein wenig, als würde er sich erst jetzt daran erinnern, dass wir immer noch auf der Hausschwelle standen und es gerade einmal vier Grad hatte. Ach, ich vergesse meine Manieren. Komm doch bitte rein. Espresso? D. Vielleicht ein Glas Wein? Ein Glas Wasser wäre sehr nett. Ich ließ mich von ihm durch die Eingangshalle in sein Wohnzimmer führen. Seitlich führten wenige Stufen in einen abgesenkten Bereich, dessen Zentrum ein großer, von allen Seiten einsehbarer, offener Kamin einnahm, um den herum eine Sitzecke arrangiert war. Dorthin gingen wir. Auf einem Beistelltischchen standen Kristallgläser, eine mit Rotwein gefüllte Dekantierkaraffe und ein Siphon. Aus dem schenkte er mir Wasser in eines der Gläser. Setz dich doch, Clara! Ich nahm erst das Glas und dann seine Aufforderung an. Mein Taschenträger glitt dabei von der Schulter und die Seitenteile der Tasche klafften auseinander. Ich griff nach dem Ausdruck und angelte ihn heraus. Es war ein Bild. Gefunden hatte ich es auf der 20. Seite meiner Bildsuchanfrage. Es war ein Scan, eingestellt von irgendeinem italienischen Fan von La Ciaratiera, und er zeigte, Niccolo Contarini als kleinen Jungen an der Seite einer Frau und eines Mannes. Eines Mannes, der zweifelsfrei eine jüngere Version meines jetzigen Gegenübers war. Ich faltete das DIN papier auseinander und hielt Alois Statofer das Foto hin. Können Sie mir sagen, wer das auf dem Bild ist? Im flackernden Schein des Kamins meinte ich einen Wimpernschlag lang, ihn erbleichen zu sehen. Aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Eine kleine Ewigkeit lang sah er einfach nur auf das Bild, nahm es mir aus der Hand, fuhr mit dem Daumen über den körnigen Ausdruck. Warum ist das wichtig? Seine Stimme klang rau und alt, als läge die Last aus dem dreiviertel Jahrhundert, das sein Leben war, einzig auf seinen Stimmbändern. Dieser Junge, begann ich langsam, vorsichtig nach Worten ringend. Denn ich wusste, dass das, was ich jetzt sagte, darüber entscheiden würde, ob ich erfuhr, wofür ich hergekommen war. Dieser Mann verbesserte ich mich. Der Mann, zu dem dieser Junge geworden ist, bedeutet mir eine Menge. Aber ich glaube, dass ich verstehen muss, wie Sie zu ihm stehen, bevor ich eine Chance habe zu begreifen, warum er mich behandelt hat, wie er es getan hat. Können Sie mir sagen, wer die Frau auf dem Bild ist? Vigi, sagte er, hinter dem Wort eine Erinnerung. So greifbar, dass sie beinahe real erschien. Brigitte, Brigitte Bauer. Wieder strich sein Daumen über das Bild und diesmal erkannte ich, dass es das Gesicht der Frau war, das er auf diese Weise streichelte. Sie hat sich Brigitte genannt, mit diesem französischen Akzent, bébé, wie die Bardot. Sie liebte diese alten Filme und die Bardot. So wollte sie immer sein. Das war ihr großes Ziel. Und Nicolo? Niklas, korrigierte er mich. Damals hieß er noch Niklas. Ein Dreikäse hoch, den sie sich von einem Italiener hat anhängen lassen, der ihr den großen Durchbruch versprochen hatte. Aber ich war ja nicht besser. Wie meinen Sie das? Mit kalten Fingern kroch eine Ahnung mein Rückgrat entlang. Sie war Tänzerin, weißt du, sehr schön. Wir haben uns in Mannheim kennengelernt. Und ich war ein junger Mann. Entschuldigend hob er die Schultern. Oder zumindest habe ich mir eingeredet, noch jung zu sein. Meine Frau war kurz vorher gestorben, hatte mich und David zurückgelassen. Ich musste wieder heiraten. David war ja noch so klein, und ich machte den Fehler, mich in Brigitte zu verlieben. Aber Brigitte hatte bereits ein Kind. Wegen dieses Kindes, mehr noch wegen ihres Berufes, passte sie nicht in die Pläne, die ich hatte. Und schon gar nicht zu einem Traditionskaufhaus wie dem, das ich einmal erben würde. Und was ist dann geschehen? Unwillkürlich hielt ich den Atem an. So nah davor. Ich hörte schon das Knacken und Knirschen, mit dem die Zahnräder begannen, ineinander zu greifen. Ich hab sie nach Hause geschickt. Drei Monate. Dann war ich ihrer überdrüssig. Ich hab ihr Geld gegeben für die Reise und die erste Zeit zurück in Mannheim. Ich dachte wirklich, damit wäre sie zufrieden. Aber das war sie nicht. Keine Frage diesmal. Eine Feststellung. Nein. Niklas hat sie gefunden, hieß es damals in der Presse. Eine Überdosis Schlaftabletten. Er hat den Notdienst alarmiert. Ein Lächeln zupfte an seinen Lippen, aber es erreichte seine Augen nicht und wirkte daher eher wie ein Zeichen von Trauer als eines von Freude. Er war schon mit acht ein kluges Kerlchen. Mein Herz wollte brechen, als ich das hörte. Ein bisschen für Stadthofer, weil die Reue, die er empfand, nur allzu deutlich in seinem Gesicht geschrieben stand. Doch vielmehr noch für den Jungen, der Nicolo damals gewesen war. Ein kluges Kerlchen, zurückgewiesen vom eigenen Vater, verschmäht von dem Mann, in dem er sich gewünscht hatte, einen Vater zu sehen. Und dann auch noch verlassen von der eigenen Mutter. Ich wusste, was es hieß, nicht dazuzugehören. Aber der Mann, der sich in meine Mutter verliebt hatte, hatte mich angenommen als seine Tochter. Wie viel mehr Grund hatte Nicolo, sich isoliert zu fühlen und betrogen? Betrogen von Alois Stadthover. Das war eine Wagenladung voller Gründe für Hass und eine Wagenladung voller Gründe, um Rache zu üben an dem Mann, der in seinen Augen schuld gewesen sein musste an dem Schicksal seiner Mutter. "Niklas gibt es nicht mehr", nahm ich den Gesprächsfaden wieder auf, quetschte die Worte an dem Knoten aus ungeweinten Tränen vorbei, die ich für Nicolo weinen wollte. Er hatte mir Unrecht getan, daran war nichts zu rütteln. Aber ich hatte ihm auch Unrecht getan. Wenn wir uns wiedersehen würden, könnte ich ihn nur mit meinem Herzen erkennen, hatte er mir mit auf den Weg gegeben am Ende unseres Traums. Und ich hatte nicht auf mein Herz gehört. Ich hatte geglaubt, was meine Augen mir gezeigt und was mein Verstand daraus gemacht hatte. Ich hatte nicht auf mein Herz gehört. Nein, ich habe ihn gesucht. Ich wollte wenigstens für ihn etwas tun, nachdem Biggie. Aber Contarini ist mir zuvorgekommen. Er hat sich plötzlich daran erinnert, einen Sohn zu haben und ihn zu sich geholt. Aus Niklas Bauer wurde Nicolo Contarini. Er nahm den Finger von dem Ausdruck und reichte mir das Papier zurück. Es war weich von seinen Händen und verknickt. Und der Rest ist Geschichte. Eine Geschichte, die geschrieben stand. Unsere Geschichte war noch nicht zu Ende. Noch hatte ich die Möglichkeit, etwas zu ändern. Ich konnte nur hoffen, dass ein wenig von dem Winterkönig übrig war in Nicolos Herzen, dass auch er mir verzeihen könnte. Als mein Mini von der Freiheitsbrücke in Richtung Santa Croce herunterrollte, glitten für einen Moment die Reifen aus. Ich packte das Lenkrand fester und war froh, mein eigenes vertrautes Auto unter mir zu haben und keinen Leihwagen, den ich nicht unter Kontrolle haben könnte. Der Weg zum Parkhaus an der Piazzale Roma war perfekt ausgeschildert. Die Straßenbauarbeiten nervten mich und der Schnee, der in dicken Flocken herumwirbelte und die ganze abendliche Szenerie in einen weiß glitzernden Vorhang hüllte, machte alles nur schlimmer. Schnee. Schnee in Venedig. Ich hatte nicht gewusst, dass es das gab. Ich hatte gar nichts über Venedig gewusst und die Venezianer und besonders über einen von ihnen. Ich hatte auch über mich eine ganze Menge nicht gewusst, bevor ich hierher gekommen war, und ich hoffte von ganzem Herzen, dass es noch nicht zu spät war, mein Herz offen zu legen für den einzigen Mann, der es wahrhaftig verdiente. Die Fahrt hatte mich erschöpft. Auf dem Brenner war es nur langsam vorangegangen. Trotz Schneeketten mühten sich die LKWs in Schneckentempo über den Pass. Die Zeit lief mir davon. Ich wusste nicht, wo diese Sicherheit herkam. Aber alles in mir schrie danach, dass ich nicht zu spät kommen dürfte. Ich fand eine Parkbucht ganz oben auf dem Deck. Faschingsdienstag. Der letzte Tag des Karnevals. Während sich zu Hause die Feiernden auf dem Viktualienmarkt die Kante gaben, quoll auch hier die ganze Stadt über vor Menschen. Sabine hatte am Sonntagmorgen noch versucht, mich zum Bleiben zu überreden. Es ist der geilste Tag des Karnevalshühnchen. Bleib da und lass dir den Trübsinn aus der Seele brennen. Aber ich war zu kaputt gewesen, zu verletzt und zu verstockt, um herausfinden zu wollen, warum er das getan hatte. Ich musste zu ihm. Meine Absätze waren nicht gemacht für das Laufen auf dem venezianischen Fußwegpflaster, nicht im Schnee. Mehrfach glitt ich beinahe aus und hielt mich noch ebenso am rostroten Putz der Fondamenta della Fabrica Tabacchi fest. Es tat ein bisschen weh an den Handflächen. Ich musste lächeln. Der Winterkönig hatte Venedig fest im Griff. Fast an Bienes Tür. Noch wenige Schritte. Ich schlug mit der Faust auf den Klingelknopf, zappelte ungeduldig, starrte hinauf in den dritten Stock. Aber ihre Fenster waren dunkel und blieben es auch. Verdammt! Ich riss das Handy aus meiner Jackentasche und wählte ihre Nummer: Mailbox. Gleich nochmal. Beim dritten Versuch ging sie endlich dran. Ich hörte jauchzen, singen, jubeln im Hintergrund. Komme! kreischte sie mir ins Ohr. Biene, hol mich verdammt nochmal ab. Ich friere vor deiner Haustür und habe keine Ahnung, wie ich in die Innenstadt komme. Du stehst wo? Bist du bescheuert, Hühnchen? Nicht bescheuert, dachte ich, verzweifelt, nur zu Bewusstsein gekommen. Himmel nochmal, du bist ja vollkommen übergeschnappt. Wieso hast du nicht angerufen? Was machst du hier? Die Hintergrundgeräusche wurden leiser. Sie sprach vom Telefon weg auf Italienisch mit jemandem und mir stiegen Tränen der Frustration in die Augen. Ich bin auf der Party am Markusplatz, Hühnchen. Du schaffst das schon. Geh runter zum Kanal und schnapp dir eine Gondel. Die fahren heute Abend im Sekundentakt, weil die ganze Stadt Party macht. Geh runter zum Kanal und schnapp dir eine Gondel. Guter Plan. Perfekter Plan. Ich sah an mir hinunter. Party. Karnevalsparty auf dem Markusplatz. Und ich in Jeans und gestreiftem Pulli. Darüber mein kurzer Mantel. Super. Ich würde hervorstechen wie ein Pickel auf der Stirn eines hübschen Mädchens. Und was wollte ich am Markusplatz? Ich hatte dort nichts zu suchen. Mein Platz war in diesem Apartment irgendwo in den Eingeweiden der Stadt, an seiner Seite. Wahrscheinlich war Nicolo nicht einmal dort. Die ganze Stadt feierte das Ende des Karnevals. Warum nicht er? Der Gedanke, dass er unbeschwert feiern könnte, während ich mit gebrochenem, irgendwie zusammengeklebtem und erneut in seine Einzelteile zersplittertem Herzen in der Stadt der Liebe nach ihm suchte, war bitter. Und ich war bereits auf halbem Weg zum Kanal, ehe ich es bemerkte. Sabine hatte recht. Die Gondolieres und die Motorboot-Taxis lauerten geradezu auf Fahrgäste. Ganz sicher machten sie in dieser Nacht das Geschäft ihres Lebens. Ein Gondoliere fuhr ans Ufer, als er mich sah und wollte mir beim Einsteigen helfen. Ich schüttelte den Kopf und winkte eines der Wassertaxis heran. Die hatten Motoren. Die waren schneller. Schneller war besser. Am Ufer verkrustete das Wasser zu ersten dünnen Eisrändern. Der Fingerabdruck des Winterkönigs. Mein Herz raste. Ich musste ihn finden. Der Mann am Steuer des Wassertaxis war so alt, dass er in München längst pensioniert worden wäre. Er legte mir eine Wolldecke um die Schultern, ehe er nach seinem Ruder griff. Er selbst sah in seinem bodenlangen, pelzbesetzten Mantel und der russischen Fellmütze auf dem Kopf aus wie Väterchen Frost. Kein guter Tag für ersten Besuch in Venezia, sagte er, und ich wusste sofort, dass er sich nicht nur wie ein Russe kleidete, sondern auch einer war. Er zwinkerte mich an, als er spürte, dass er durchschaut war. Es ist nicht mein erster Besuch. Dann wunderbarer Tag. Wer Venedig kennt im Sonnenschein, der Venedig liebt im Schnee. Ist ganz besonders zauberhaft, ne? No? Er hatte recht. Die Millionen Lichter der Stadt reflektierten sich im Vorhang aus weiß wispernden Flocken. Die Dächer sahen aus wie mit Puderzucker bestäubt. Wenige Menschen waren auf den Gehwegen und Brücken unterwegs, dafür umso mehr in Gondeln und Booten auf der Lagune. Gesang und Gelächter. Sie haben gar nicht gefragt, wohin ich will, sagte ich. Piazza San Marco, erwiderte er. Und zwinkerte wieder unter seinen buschigen eisgrauen Brauen. Jeder will zu Piazza San Marco in dieser Nacht. Zu früh für die Vogata, aber Feuer auf Piazza brennt schon. Was ist die Vogata? Fragte ich. Die Vogata del Silenzio, Parade der Stille. Brennendes Boot auf dem Kanale kommt hinunter in Lagune. Feuer verbindet sich mit Feuer auf Markusplatz und Boom, Karneval vorbei. Und wann ist das? Wenn jetzt zu früh ist? Ist Mitternacht. Karneval ist vorbei. Mitternacht. Er zwinkerte. Noch vier Stunden. Viel Zeit für Küssen und Lieben. Ich fragte nicht. Ich wollte auch nicht nochmal angezwinkert werden. Der Turm der Basilika San Marco, hell erleuchtet im Nachthimmel, kam näher. An einer der zahlreichen Anlegestellen an der Riva degli Schiavoni steuerte er das Boot an das morsche Holz, das jetzt von Schnee und Eis verkrustet war. Ich bezahlte den wahrscheinlich hoffnungslos überzogenen Preis, den Eminente, ohne darüber nachzudenken und rannte los, verfolgt von einem Viel Glück, Malischka! Menschen. Überall maskierte Menschen. Immer dicker wurde die Masse, je näher ich dem Platz kam. Ich konnte das Feuer riechen. Ich sah Männer in mittelalterlichen Kostümen mit Handkarren, auf denen Brennholz gestapelt war. Ein riesiges Feuer wollte bis nach Mitternacht gefüttert werden. Eine Barriere, eine Absperrung, ein Wall aus Holz, der vom Markusplatz bis hinunter ans Ufer des Kanals führte. Der Russe mit dem Wassertaxi hatte gesagt, dass das brennende Boot sich mit dem Scheiterhaufen auf dem Platz verbinden würde. Ich würde hier Biene niemals finden. Aber ich wollte ja auch gar nicht Biene finden. Ich wollte. Verzweifelt starrte ich um mich. Es war nicht nur hoffnungslos, ihn hier entdecken zu wollen. Es war völlig unsinnig, auch nur einen Herzschlag daran zu glauben, dass ich ihn so finden würde. Ein paar Schritte weiter war das Hotel Danieli, das Hauptquartier von La Giaretiera. Am Faschingsdienstag, kurz nach acht Abends, würde nicht einmal Nicolo Contarini noch arbeiten. Aber sie würden die Adresse seines Apartments wissen und sie mir bestimmt nicht sagen. Und selbst wenn, er würde nicht dort sein, denn er feierte ja, wie ganz Venedig. Tränen brannten in meinen Augen. Verzweiflung und der Qualm des Feuers, der zusammen mit ein paar Schneeflocken in mein Gesicht trieb. Wärme. Ich spürte erneut, wie sehr ich fror, trat näher, trat durch die Menschenmenge auf den Scheiterhaufen zu und sah ihn. Meinen Winterkönig. Eigentlich nur seinen Mantel. Er stand lichterloh in Flammen. Die Georgette schmolz in der Hitze, Feuerzungen schlugen aus dem Kragen, die Glitzersterne zerplatzten. Die Federn des Kopfschmucks flatterten funkensprühend im leichten Wind, und aus der langsam zerfließenden Maske starrten leere Augenhöhlen auf mich herab. In mir begann ein Reißen, ein ohrenbetäubendes Kreischen, und ich wusste, dass es das Tosen war, mit dem mein Herz erneut brach. Ich schrie. Ich wusste, es war nur das Kostüm, sein Kostüm. Ich schrie mir die Lunge aus dem Leib. Jemand lachte. Ich landete mit den Knien im zertrampelten Schneematsch, konnte den Blick nicht abwenden. Venedig verbrannte seinen Winterkönig, meinen Winterkönig. Plötzlich war ich nicht mehr allein. Hühnchen! Biene! Ich war nicht mehr allein. Sie kniete sich neben mir in den nassen Schnee, zog mich in ihre Arme, hielt mich fest. Männerstiefel um uns herum. Ich blinzelte. Vier Stiefel. Zwei Männer. Schirmten uns ab. Hatte Biene, ich hob den Kopf. Nein. Ich kannte die beiden Italiener nicht, die die wogenden Massen davon abhielten, uns zu zertreten. Der kurze Hoffnungsschimmer zerbarst, wie der Mantel im Feuer. Tränen versenkten mir die vereisten Wangen. Er verbrennt! Es klang, als ob mich jemand würgte. Es tat weh zu sprechen, nicht nur, weil das Feuer mir die Kehle verätzte. Es ist doch nur ein Kostüm! Schrie sie mir über das Röhren des Feuers hinweg zu. Ich hielt mich an ihren Schultern fest. So heftig schluchzte ich, dass ich kaum atmen konnte, geschweige denn sprechen. Sie stand auf und zog mich auf die Füße. Nur ein Kostüm, Hühnchen! Sie wischte mir mit den bloßen Händen die Tränen von den Wangen. Ich war zu spät. Ich war über die Alpen gebrettert wie eine Irre und war doch zu spät. Komm weg hier! Sie zog mich weg von Flammen und Hitze. Weg vom brennenden Winterkönig. Durch den Schleier aus Benommenheit, der mich einhüllte, hörte ich, wie sie die beiden Italiener, ihre Begleiter, wegschickte. Ich war dankbar. Ich schluchzte in meine Hände. Sie zog mich weiter, noch weiter, zu den Arkaden des Fürstenpalastes, wo es etwas ruhiger war, und zurück zur Riva, von der ich gekommen war. Das Röhren und Knistern des Feuers übertönte den Lärm der Feiernden. Doch als sich der Blick auf die Lagune öffnete und auf das Tanzen der Boote, und der Lichter von San Giorgio schien es mir, als könnte ich freier atmen. Sabine hielt an, den Arm um mich gelegt. Schließlich zog sie mich ganz in ihre Umarmung. Willst du darüber reden? Es ist er, ja, der Kerl, der dein Herz geraubt und zerbrochen hat. Deswegen bist du wieder da. Er hat das Kostüm ins Feuer geworfen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich fand das eigentlich eine tolle Geste. Ich meine, wer will schon Winter an der Lagune? Venedig im Schnee ist uncool. Hier sollte jeden Tag des Jahres die Sonne scheinen. Ich löste mich von ihr und sah sie an, konnte es nicht glauben. Venedig im Schnee ist atemberaubend schön, sagte ich. Man braucht zu so viele Klamotten, um nicht zu erfrieren, und die Wege sind scheißglatt. Na komm. Sie nahm meine Hand und begann zu ziehen. Wohin gehen wir? Wohin schon? Zum Danieli. Da ist er nicht, er feiert wie alle die anderen. Süße. Wenn der Trottel auf dem Markusplatz gewesen wäre, lägst du schon in seinen Armen und nicht in meinen. Dein Zusammenbruch ist dort niemandem entgangen. Jetzt komm. Sie zerrte. Dann feiert er eben irgendwo in einer Villa an der Straße nach Treviso und lässt eine kleine Sklavin vor seinen Augen in den Seilen fliegen, dachte ich, und es tat weh. Selbst in meinem ohnehin schon gebrochenen Herzen tat der Gedanke immer noch weh. Er würde ja doch nicht im Danieli sein. Ich ging mit, weil es keinen Sinn hatte, sich gegen Bienen zur Wehr zu setzen, wenn sie auf einer Mission war. Hatte das Hotel Danieli tatsächlich nur diesen einen Concierge? Der gräßgrämige Mann sah mir entgegen und versuchte gar nicht erst zu verbergen, wie er die Augen verdrehte. Signora Hummel, begrüßte er mich mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Die Geschäftszeiten von La Jarretiera sind von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr am Nachmittag. Morgen begeht die Firma einen Feiertag. Bitte machen Sie am Donnerstag einen Termin mit, Signor Contamini.« Biene langte über den Tresen und packte den Mann am Revers. Hören Sie, Sie klauen. Meine Freundin hier ist gerade im Schneesturm über die Alpen gefahren, von München nach Venedig. Haben Sie eine Ahnung, was für eine Strecke das ist? Konsterniert und sprachlos blickte der Concierge sie an. Signora? Ja, genau. Signora. Sie werden uns jetzt sagen, wo sich Nicolo Contamini aufhält. Klar? Und schon sind wir verschwunden. Sie hatte immer noch nicht gelernt, Nicolos Namen richtig auszusprechen. Wahrscheinlich würde sie nie mehr Gelegenheit bekommen, es zu lernen. Sie ließ los, und der Mann verzog das Gesicht zu einem pikierten Schmollen, während er seine Uniform richtete. Signor Contarini ist nicht im Haus, sagte er und wandte sich einem maskierten Pärchen zu, das hinter uns an den Tresen trat. Sabine streckte die Hand nach der Tischklingel, einem Messingglöckchen aus, aber der Concierge schaffte es tatsächlich, ihr das noch gerade so wegzunehmen. Dann sagen Sie uns, wo wir ihn finden. Die Adresse seines Apartments. Biene würde nicht weichen. Diese Informationen sind rein privater Natur und werden von uns nicht weitergegeben. Das Hotel Danieli rühmt sich seiner Diskretion. Arrogant rümpfte er die Nase. Mein Zorn auf Sie ist auch rein privater Natur, und ich rühme mich eines eindrucksvollen rechten Hakens, erklärte Bino ungerührt. Ich merkte, wie meine Tränen versiegten. Meine beste Freundin war eine perfekte Show. Leider saßen wir beide am kürzeren Hebel. Dem Concierge genügte ein Fingerschnippen, schon wurden Sabine und ich von zwei diskret uniformierten, aber dennoch unmissverständlich erkennbaren Herren der Hotelsecurity flankiert. Ich kümmere mich darum. Eine Stimme wie warmer Milchkaffee mit einem Schuss Kirschwasser. Ich schloss die Augen, wollte mich nicht umdrehen. Er hatte mich nackt gesehen, hatte mich gefesselt, hatte mir in mehr als einer Hinsicht den Boden unter den Füßen weggezogen. Und er war nicht Nicolo. Von Sabine hörte ich ein stranguliert klingendes Hallo und dann Sie sind das. Ich habe Sie am Flughafen gesehen. Sie sind der, den das Hühnchen mit Kaffee übergossen hat. Er schmunzelte leise, und ich wusste, dass er sich verneigte. Er hatte perfekte Manieren. Tizian Di Maggio, Signora. Und mit wem habe ich die Ehre? Was mischen Sie sich eigentlich ein? fragte sie. Aber ich konnte hören, dass sie lediglich ihre plötzliche Unsicherheit mit Burschikosität zu maskieren versuchte. Ich habe mitbekommen, dass die Damen mit Nicolo Contarini zu sprechen wünschen. Jetzt fuhr ich doch herum. Er war hier. Der Winterkönig war mit dem Prinzipale hier. Nicht auf dem Markusplatz, nicht in seinem Apartment auf dem Wasser, hier, im Danieli. Mein Herz setzte aus, ehe es wie gejagt gegen meine Rippen zu preschen begann. Ich muss mit ihm reden, stieß ich hervor. Das dachte ich mir, Piccola, raunte er, neigte sich vor und küsste meine Stirn. Und du glaubst nicht, wie froh mich das macht. Denn seit er aus München zurückgekehrt ist, ist er nicht mehr er selbst. Er wandte sich an den Concierge. Ich übernehme das, Giancarlo. Lassen Sie den Damen bitte Champagner und Amaretini bringen. Und für meinen Freund einen doppelten Espresso. Den braucht er jetzt. Ich erinnerte mich an seine unnachahmliche, katzenhafte Art, sich zu bewegen. Er drehte sich um, nahm meine Hand. Komm mit, Piccola. Es waren wenige Schritte, die mich zu ihm brachten. Wenige Schritte am Ende dieses langen Weges. Er saß am Fenster der Loungebar. Schaute hinaus in das Schneetreiben über der Lagune, über das Tanzen und Feiern der Maskierten auf der Riva. Er sah mich nicht an. Vor ihm auf dem Tisch stand ein gut gefülltes Glas Rotwein. Seine Schönheit wollte mir den Atem rauben. Ich setzte mich zu ihm. Nicolo, deinen Winterkönig gibt es nicht mehr, sagte er auf Deutsch, die Stimme rau. Er drehte nicht den Kopf, um mich anzusehen. Ich habe ihn brennen sehen, sagte ich. Zum Glück, fügte Sabine gepresst hinzu. Sie war neben dem Tisch stehen geblieben, halb hinter ihr der Prinzipale Tizian, der Mann vom Flughafen, Nikolos Mann fürs Grobe und für die Feinheiten. Das wusste ich jetzt. Venedig im Schnee ist Dreck. Venedig im Schnee ist zauberhaft, sagte ich. Endlich drehte Nikolo den Kopf zu mir. Sein Bart wuchs wieder, kurz noch und unförmig. Wahrscheinlich würden die Stoppeln auf meinen Handflächen kratzen, aber ich wagte noch nicht, ihn anzufassen. Aber ich bin nicht für den Redele Navy hier, Nicolo. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen, bei dir. Du hast meine Entschuldigung nicht angenommen, Schokolatina, weil ich blind war und dumm. Bist du auch blind und dumm, Nicolo? Er hob eine Hand, strich mit dem Daumen eine Nachzüglerträne von meiner Wange. Sein Blick glitt an mir herab über meinen Pullover meine Jeans. Ein Lächeln zuckte in seinem Mundwinkel. Als Chocolatina das erste Mal dem Rey de Navy begegnet war, hatte sie unter ihrem Umhang dieselbe Kleidung getragen. Was hat sich geändert? Du hast es mir nicht gesagt, was damals passiert ist. Mein Herz galoppierte in meiner Brust. Wie hätte ich es denn verstehen sollen, warum du so gehandelt hast? Er machte es mir nicht leicht. Aber hatte ich etwas anderes erwartet? Ich bin keiner, der mit seiner Vergangenheit hausieren geht und um Almosen bettelt, Clara. Nein, und das habe ich nicht verstanden. Ich musste es selbst herausfinden. Du hast mich gezwungen, die Augen zu öffnen und klug zu sein. Du hast mich gezwungen, mit dem Herzen zu sehen. Ich habe das doch nicht gewusst, Nicolo. Gar nichts davon. Es tut mir leid. Eine Kellnerin brachte Champagner, Espresso und einen Teller mit kleinen, duftenden Plätzchen. Sabine und Tizian hatten sich noch immer nicht gerührt. Nicolo drehte sich ganz zu mir, legte seine Hände um mein Gesicht, rahmte es ein. Ich entschuldige mich auch, Chocolatina, dafür, wie ich dich benutzt habe, um meinem Hass auf die Firma, für die du arbeitest, ein Ventil zu verschaffen. Meinen Hass auf Alois und David Stadthofer, auf diese ganze Sippe dort. Das hat mit dir nichts zu tun, aber ich habe das nicht gesehen. Alles, was du wolltest, war, deinen Job zu tun, alles dafür zu tun. Du bist so eine starke Frau. Und ich habe das ausgenutzt, wollte dich brechen. Weil ich mir vorgestellt habe, dass ich damit Stadthofer breche. Aber ich habe dich doch nicht gekannt. Seine Lippen küssten meine. Seine Bartstoppeln kratzten auf meiner Haut. Sein Duft hüllte mich ein. Es war noch nicht zu spät. Ich schob meine Hände auf seine Schultern, hielt mich an ihm fest. Spürte diese Wand aus Kraft und Geborgenheit. Er legte seine Stirn auf meine. Interessante Kleiderwahl, Beletzer sagte er und strich mit unsicheren Fingern den Bund meiner Jeans entlang. Seine Fingerspitzen streiften meinen Bauch. Ich schauderte. Noch eine Chance, Chocolatina? Dicke weiße Flocken tanzten aus der Nacht, zerplatzten am Fenster, hinterließen eisige Tränen auf Fensterglas. Wir waren nicht geblieben, um uns das Spektakel auf dem Kanal anzusehen. Er hatte mich zu einem Boot geführt und schweigend waren wir zu seiner Wohnung gefahren. Wir brauchten keine Worte. Noch nicht. Mein Herz war leicht. Für den Augenblick war alles gesagt. Durch das emporgezogene Fallgitter ging es zu dem kleinen unterirdischen Anleger, nikolos venezianische Version einer Parkgarage. Jetzt waren wir in seiner Wohnung. Sie sah genau so aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Warm, einladend, und sehr maskulin. Er führte mich ins Wohnzimmer. Ich schlang die Arme um meine Mitte. Feuchtigkeit klebte meine Kleidung, trotz der Dauenjacke an meinen Körper. Und obwohl es angenehm geheizt war hier drin, begann ich zu frösteln. Kalt, Schokoladiner? Ganz nah war er jetzt. Er hob die Finger, um nach dem Reißverschluss meiner Jacke zu greifen. Zahn für Zahn ließ er ihn nach unten gleiten. Schauder rannen über meinen Körper. Die Art von Schaudern, die ganz sicher nicht von der Kälte kamen. Bebend schloss ich die Augen und schüttelte den Kopf. Jetzt nicht mehr. Die Jacke fiel zu Boden. Er griff nach dem Saum meines Pullovers, doch ich hielt ihn auf. Warte. Meine Stimme nur ein Flüstern. Ich wollte ihn. Ich wollte ihn so sehr. Seine Hände auf meiner Haut. Mal hart, mal zart. Wollte mich verlieren in seiner Sicherheit. Alles ausschalten, bis ich nichts mehr war. Nur noch sein. Ich wollte all das, aber ich wollte noch mehr. Und als er den Kopf senkte, um mir in die Augen zu sehen, da wusste ich, dass er mich verstand, noch ehe ich ein Wort gesprochen hatte. Ist das alles? Fragte ich ihn. Nein, Beletzer, das ist nur der Anfang. Er befreite sich aus meinem Griff, fegte meinen Pullover zur Seite, legte die Finger auf den Saum meiner Jeans. Ein Knopf nach dem anderen öffnete sich unter seiner sicheren Führung. Selbst mein Slip war nass und kalt von meinem Zusammenbruch auf dem Markusplatz. Er hakte seine Finger in den Saum, bevor er vor mir in die Knie ging und dabei Jeans und Slip herunterzog. Sein Atem wärmte die Haut unter meinem Bauchnabel, als er sich an mich schmiegte. Ich will alles von dir, Clara. Ich will an deiner Seite stehen und sie dir aufsehen, wenn du die Früchte all deiner harten Arbeit erntest. Ich will stolz auf dich sein und mich in deinem Ruhm sonnen. Ich will dein Halt sein und deine Stütze. Und wenn wir allein sind? Seine Nasenflügel blähten sich von seinem tiefen Inhalieren, und ich wusste, er roch meine Erregung. Leicht wie eine Feder strichen seine Finger meine Beine empor, wechselten an meinen Knien auf die Innenseite. Nur noch das Versprechen einer Berührung, als er die Falte erreichte zwischen meinen Schenkeln und meiner Scham. Meine Knie drohten unter mir wegzubrechen, aber er hielt mich. Er hielt mich, und endlich hörte ich sein Lachen wieder. Dieses Lachen, in das ich mich wohl als erstes verliebt hatte. Wenn wir allein sind, Bellezza, dann sollst du es sein, die zu mir aufschaut. Er nahm die Finger von meiner Haut und meine Muskeln zogen sich zusammen in enttäuschter Erwartung. Du musst eines verstehen: Ein Flüstern, ein Locken. Er ging um mich herum, seine Blicke auf meinem Körper, fast noch intensiver als das Streicheln zuvor. Ich will dir nicht wehtun, Tesoro mio. Mir geht es nie um den Schmerz. Seine Fingerspitzen auf meinem Rückgrat, so sanft, kaum da. Und dann ein Hieb. Während seine Hand flach mitten auf meinen nackten Po traf, grub er seine andere Hand in meine Haare, ballte sie zur Faust, hielt mich. Es war nicht sanft, ganz und gar nicht. Vor meinen geschlossenen Augenlidern tanzten Eisblumen. Es geht mir um die Lust, noch ein Hieb, tiefer auf das kleine Dreieck zwischen meinen Schenkeln und meinem Po. Das Brennen schoss von meiner Haut in mein Geschlecht. Ich stöhnte. Wenn ich dich binde, wenn ich dich schlage, dann geht es nur um dich, um deine Lust, um dein Vergessen. Und diesen Ritt auf der Kante, den du so sehr suchst und dir doch nie gönnst, weil du du bist. Aber wer du bist, das spielt in meinen Händen keine Rolle mehr. Denn dann bist du nur noch, was ich von dir will. Wieder schlug er mich, wieder und wieder, und mit jedem Hieb brannte sich die Wahrheit seiner Worte ein wenig mehr in meine Haut. Das war es, was ich suchte, was ich mein Leben lang gesucht hatte. Ein Ort, um zu vergessen, wo ich nicht Clara war, die Tochter von Ludwig Hummel und auch nicht Clara, die heiße Schokonuss, die nirgendwo hingehörte. Ein Ort, wo ich nichts mehr war, wo ich nicht denken musste und mich nicht zu verstellen brauchte wo ich die sein konnte, die ich war, weil es mich nicht mehr gab, sondern nur noch ihn und seinen Willen. Nicolo, jammerte ich. Ich brannte. Nur seine Faust in meinem Haar und seine Hiebe auf meinem Hintern. Nicht genug. Ich brauchte ihn, brauchte ihn so sehr. Was? Mit einem Ruck zog er meinen Kopf in den Nacken, sein Atem heiß an meiner Schläfe. Was, Beletzer? Was willst du von mir? Alles, bitte. Bitte, Nicolo, ich brauch dich. Von oben griff er über mein Brustbein, strich herab bis zu der Stelle, wo mein Herz raste und hämmerte unter seiner Nähe. Du willst, dass ich dich ficke, Chiarina? Ja. Seine Derbheit erschreckte mich, aber nicht genug, um das Feuer zu löschen. Mit seinen Knien drückte er gegen meine, gab mir einen Stoß und ich landete auf allen Vieren vor ihm. Das Ratschen seines Reißverschlusses klang überlaut in meinen Ohren. Und wenn mein Herz nicht ohnehin schon davongaloppiert wäre in meiner Brust, spätestens jetzt, hätte ich es nicht mehr aufhalten können. Ich werde dich ficken, Chocolatina. Aber nicht, weil du mich darum bittest, sondern weil ich es will. Weil ich keine Sekunde mehr aushalten kann, ohne in dir zu sein. Kleiderrascheln. Das Schnalzen von Latex. Er kniete sich hinter mich. Haut auf Haut. Er griff nach meinen Hüften. Besser, du bist bereit, Beletzer. Weil das wird schnell und hart. Ich habe zu lange auf dich gewartet. Ich war bereit, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, ihm das zu sagen, denn schon im nächsten Atemzug war er in mir. Groß und hart und brennend. Wir schrien. Beide. Und noch bevor ich wieder zu Atem gekommen war, begann er sich zu bewegen. Ein schneller, alles verzehrender Rhythmus hart an der Grenze zum Schmerz, vielleicht sogar schon ein wenig darüber, aber es machte nichts. Viel zu verloren war ich in dem Moment. Er trieb sich höher, höher und höher. Dabei riss er mich mit, Stoß für Stoß, ein Stück weiter in den Himmel. Ich öffnete die Augen. In der Fensterscheibe spiegelte sich die Silhouette unserer Körper. Seiner, fast komplett bekleidet, über mir aufragend, das Kinn erhoben, die Lippen zusammengepresst. Und ich, nackt, hilflos ergeben in der Intensität seines Angriffs. Die Spannung stieg stieg und stieg, und im selben Moment, als er starr wurde und ich sein Zucken fühlte tief in mir, kippte ich über die Kante, während Venedig vor dem Fenster im Schnee versank. Nicolo. An der Fassade des Luxuskaufhauses hatte sich seit meinem letzten Besuch vor einem halben Jahr nichts geändert. Warum auch? Ich sah zum Fenster der Limousine hinaus auf den fünfstöckigen Bau, aus silbergrauem Sandstein, in dessen zahllosen Fenstern sich die Augustsonne spiegelte. München stöhnte unter einer Hitzewelle. Ich griff nach Claras Hand, zog ihre Fingerknöchel an meine Lippen. Sie sah mich an, ein bisschen nervös und sehr glücklich. Du siehst atemberaubend aus, sagte ich. Das ist auch das Mindeste, wo ich doch an der Seite des Protagonisten dieser Veranstaltung auftreten muss. Sie zwinkerte mich an. Die Limousine hielt. Ich stieg aus, eilte um das Heck herum und kam dem Chauffeur zuvor, der die Tür für Clara aufreißen wollte. Elegant glitt sie aus dem Wagen heraus. Kameras blitzten, Blitzlichtgewitter. Jede Tageszeitung, jedes noch so kleine Fashion-Magazin schien eine Abordnung zum Ort des großen Geschehens geschickt zu haben. Sie stolperte gegen mich. Ah, oh, die Absätze, stöhnte sie. Hast du dir wehgetan? Sie lachte und strich sich über das Kleid. Ein figurbetontes Oberteil aus cremeweißer Seide, ein knielanger Chiffonrock in derselben Farbe. Meine beste Designerin hatte wochenlang an diesem Stück herumgebastelt. Sie sei angestellt, um Unterwäsche zu entwerfen, hatte sie gemurrt, immer und immer wieder und es dann doch getan. Atemberaubend. Das Wort wurde Clara in keinster Weise gerecht. Sie war so viel mehr als das. Vor allem, weil ich wusste, was sie unter dem Kleid trug. Und, weil dieses Wissen eine Hitzewelle durch meinen Körper schickte, mit der die 37 Grad in der Münchner Innenstadt nicht mithalten konnten. Nein, sagte sie, alles in Ordnung. Ich grinste auf sie hinunter. Schade. Wie bitte? Langsam setzten wir uns in Bewegung in Richtung des Eingangs zu Stadthofer Nachfolger. Sie zog die Brauen zusammen. Im Gehen strich ich mit dem Zeigefinger die kleine Falte auf ihrer Stirn weg. Ich wollte dich gerade bedauern, dass du diesen Anzug trotz der Temperaturen tragen musst. Aber ich glaube, ich bedauere dich doch nicht. Ich blieb stehen und küsste sie. Es war mir egal, dass am Portal des Kaufhauses Mitarbeiter, leitende Angestellte und Kunden auf uns warteten. Die Paparazzi waren mir egal, die seriösen Journalisten. Ich küsste sie auf den Mund und sorgte dafür, dass alle es sehen konnten. Schade, denn wenn du dir wehgetan hättest, könnte ich dich tragen. Du weißt, wie sehr ich das mag. Sie lachte, hakte sich unter. Hinter uns fuhr die Limousine an und zog von der Bordsteinkante weg. Ich führte Clara auf das Portal zu. David Stadthofer empfing uns. Kühl, reserviert, so wie ich ihn kannte. Wir sprachen nur das Nötigste miteinander. Ich mochte ihn nicht und er mich nicht. Wir sprachen über Geschäftliches und auch nur dann, wenn es um Dinge ging, die Clara nicht direkt mit mir abklären konnte. Ich hasste den Gedanken, wie sehr er ihr einmal wehgetan hatte, und ein wenig dankbar war ich ihm dafür, denn nur seine Dummheit hatte sie mir geschenkt. Meine Dankbarkeit ging nicht so weit, dass ich den Moment nicht herbeisehnte, wenn Clara ganz zu mir nach Venedig ziehen würde und ich nicht mehr in dem Bewusstsein leben musste, dass sie sich mit diesem schleimigen Menschen auseinanderzusetzen hatte. Das hätten wir längst tun sollen. Murmelte ich, als wir uns an dem Spalier aus Abteilungsleitern vorbeischoben. Das Foyer des Kaufhauses war gefüllt mit Kunden. In der vordersten Reihe schwenkten Kinder Papierfähnchen in den italienischen Landesfarben. Ein Bogengang aus Lichterketten führte die Treppe hinauf in den ersten Stock, wo uns die Abteilungsleiterin für die Sous begrüßte: mich mit einem scheuen Händedruck, Clara mit einem Kuss auf die Wange. Was? Was hätten wir längst tun sollen? fragte Clara im Flüsterton, als die Abteilungsleiterin uns über polierten Fliesenboden und vorbei an Schaufensterpuppen in Reizwäsche führte. Dass du zu mir ziehst, das hier, das macht sich doch jetzt von allein. Es ist mein Job. Immer wenn ich mit dir darüber reden will, wechselst du das Thema. Ich bin gern unabhängig. Ich mag es, wenn du abhängig bist, Schokoladina. Entrüstet hob sie den Kopf zu mir. Ich zwinkerte sie an. Wochenenden, Ferien, Schokoladiner. Das reicht mir nicht. Ich will dich ganz, das weißt du. Reden wir bei einer anderen Gelegenheit darüber? Das versuche ich seit Monaten. Himmel, sie hielt mein Herz in ihrer Hand, und sie wusste es. Ich liebte ihre lebhaften, dunkelbraunen Augen, ihre Milchkaffeehaut, ihr dickes, schwarzes Haar, in dem ich meine Hände stundenlang vergraben könnte. Ich liebte ihre dunkle Samtstimme und ihre vollen, weichen Lippen, ihren Körper. Der zu mir sang, wenn ich sie ans Bett fesselte. Ihre perfekten kleinen Brüste, die so wunderbar reagierten, wenn ich mit ihnen spielte. Ich liebte es, wenn sie vor mir auf den Knien lag und mich flehend anblickte. Ich liebte sie und sie wusste das. An dem Lichterbogen, der die Lizenzabteilung von La Jaretiara vom Reste des Sous trennte, wartete ein alter Mann. Ungebeugt, weißhaarig. Einst war er einer der begehrtesten Männer Deutschlands gewesen. Verwitwet. Vater eines siebenjährigen Sohnes, der David hieß. Schon damals hatten David und ich uns gehasst. Ich hatte so sehr versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, weil ich wusste, dass meine Mutter Davids Vater liebte. Und ich hatte geglaubt, dass es meine Schuld gewesen war, mein Hass auf David, der Alois Stadthofer von der Seite meiner Mutter vertrieben hatte. Ich war acht Jahre alt gewesen. Ich hatte nicht gewusst, dass eine Beziehung zu einer Frau wie meiner Mutter nicht für einen Mann wie Davids Vater in Frage kam. Ich hatte als Kind versucht, Alois Stadthofer in meinem Kopf als meinen Vater zu sehen. Für eine kurze Zeit war es auch gelungen, bevor er sich abgewendet hatte, bevor er meine Mutter in den Tod getrieben hatte. Heute sah ich nur noch einen alten, weißhaarigen Mann, der die Belange seines Lebenswerkes, dieses Kaufhauses, in die Hände seines überambitionierten, aber untalentierten Sohnes legte. Alois Stadthofer lächelte uns zögernd entgegen. Ich wollte stehen bleiben, aber Clara ging einfach weiter. Also ging ich mit. Stadthofer umarmte die Chefeinkäuferin. Dann wandte er sich mir zu. Ich freue mich, Ihre Kollektion in unserem Haus anbieten zu können, Signor Contarini, sagte er, sehr steif, sehr förmlich. Ich freue mich, meine Kollektionen auch in München anbieten zu können, erwiderte ich ebenso förmlich. Eine unangenehme Pause. Claras Finger krallten sich um meine Hand. Ihr Duft überlagerte den Parfümgeruch, der im ganzen Kaufhaus waberte. Plötzlich lächelte Stadthofer, offen, ehrlich. Es war Clara, die er anlächelte. Ich danke dir, Clara, dass du ihn nach München gebracht hast. Ohne dich wäre es dazu nicht gekommen. David ist mein Sohn und ich hasse es, das zu sagen. Aber wir beide wissen, er ist ein Vollpfosten. Clara schwieg einen Moment, schockiert, dann brach sie in Lachen aus. Sie zog an meiner Hand, bis ich mich zu ihr neigte und küsste meine Wange. Er sollte öfter in München sein, nicht wahr, Alois? Mit ihm darin sieht die Stadt ein bisschen weltgewandter aus. Ein bisschen italienischer. Und sehr viel mehr sexy. Ich runzelte die Stirn und sah sie an. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Sie schüttelte den Kopf. Du mir einen Gefallen, Nicolo. Welchen? Mach deinen Frieden mit Herrn Stadhofer Für mich, okay? Plötzlich lag die faltige Hand des Alten auf meiner Wange. Du hast die Augen deiner Mutter. Weißt du das, Nicolo? Sie hatte diese tiefbraunen Augen, die einem Mann die Knie weich machen konnten. Ich habe ihr Unrecht getan. Und dir auch. Und das tut mir leid. Ich schluckte. Von tiefbraunen Augen, die einem Mann die Knie weich machen konnten, wusste ich ein Lied zu singen. Ich nahm die Hand des alten Stadthofer in meine und hielt sie fest. Das ist alles sehr lange her. Ja, das ist es. Und jetzt, mein lieber Junge, nimm mir bitte endlich diese verdammte Schere ab und schneid das Band durch. Er lachte. Ein erstaunlich tiefes, durchdringendes Geräusch. Ich nahm ihm die Schere nicht ab. Ich legte meine Finger über seine und schnitt mit ihm gemeinsam das Schleifenband durch und eröffnete den Zugang zur La Charetiera Tedesca, begleitet vom Jubel der Anwesenden. Die fahnenschwenkenden Kinder in der ersten Reihe hatten jungen Frauen Platz gemacht, deren Augen leuchteten in Erwartung all dessen, was ich ihnen mitgebracht hatte. Neben mir stand die eine junge Frau, der ich das Wichtigste mitgebracht hatte. Nicht das Kleid, das sie trug, und auch nicht ihre Dessous, von denen ich wusste, dass sie mich heute Nacht an gar nichts hindern würden. Ich nahm das Schleifenband, das ich mit dem Stadthofer zusammen durchgeschnitten hatte, legte es Clara um den Hals und zog sie zu mir heran. In der linken Tasche meines Jacketts raunte ich. Was? Ein Geschenk. Ihre Augen leuchteten auf. Sie schob die Finger in das Jackett, runzelte die Stirn, lachte auf. Du Wüstling! Ich küsste ihre Lippen. Der ist für später, Chocolatina. Ein kleiner Analstöpsel. Die Hitze auf ihren Wangen war betörend. Ihre Augen verschleierten sich und ihre Nasenflügel bebten. Ich wollte einfach nur noch mit ihr allein sein. Da ist noch was. Sie tastete weiter, vorsichtiger jetzt, für den Fall, dass da noch mehr Spielzeug war. Mit meiner Vorliebe für ausgefallene Brustklemmen hatte ich sie in den vergangenen Monaten oft an ihre Grenzen und nicht selten darüber hinausgetrieben. Ich erkannte den Moment, als sie das Geschenk fand. Ihre Augen weiteten sich. Ich hörte, wie ihre lackierten Fingernägel leise gegen das fein geschmiedete Platin stießen. Ich liebe dich, flüsterte ich und legte meine Stirn auf ihre. Heirate mich, Schokoladina. Schön, dass Sie dabei waren bei diesem Hörbuch von Audiocolors. Auf Wiederhören bei Audible.